Das Schwesterschaftsversprechen, Serie, Blue Moon Bay, Buch 2. Von Susan Hattler. Kapitel 1 In zwei Wochen schon könnte ich als die erste Adresse für Eventplanung der Reichen und Berühmten aus Blue Moon Bay gelten, aber mein derzeitiger Arbeitsplatz ließ mich einfach nur von Kopf bis Fuß nach Fisch stinken. Man könnte annehmen, ich würde als Inhaberin von Olivia's Occasions genug Geld verdienen. Um mir in meinem kleinen Küstenstädtchen in Kalifornien ein angenehmes Leben zu machen. Nein. Ich musste halbtags im The Market in der Fischabteilung arbeiten, um über die Runden zu kommen. Daher auch der Fischgeruch. Bald schon würde der alltägliche üble Geruch auf meiner Haut aber der Vergangenheit angehören. Zumindest hoffte ich das. Während ich in Scottys Fischrestaurant an der Theke saß und auf meine Freundin Wendy wartete, nippte ich an meine Martini. Sie war gerade erst von einem Trip nach Japan mit ihrem Freund zurück nach Hause gekommen und ich konnte es kaum abwarten, ihr von der bevorstehenden Gelegenheit zur Vergrößerung meines Geschäfts zu erzählen, die auf mich wartete und nichts mit Fischen zu tun hatte. Greta von Strand, Millionärin und Bestsellerautorin autorin von Männer, wer braucht die schon? ganz zu schweigen davon, dass sie mein Idol war, hatte mich gerade beauftragt, das Event meines Lebens zu planen, einen zweiwöchigen Luxustrieb für Frauen, die sich auf ihre Unabhängigkeit von den Männern fokussieren und ihre Beziehung zu sich selbst und untereinander stärken sollten. Wir hatten das Event Date Entzug genannt. Ich musste für diese Klientin alles perfekt machen, sonst würde meine Traumkarriere einfach floppen. Wenn ich es schaffen sollte, diesen aufwendigen ozeantrieb zu organisieren dann würde greta den date entzug groß vermarkten ihr ziel wäre es solche trips zweimal im monat anzubieten und sie zu einer weltweiten geschichte zu machen ratet mal welche eventplanerin sie beauftragen würde um die trips zu planen das wäre nämlich ich ich hatte endlich das potenzial meine wildesten träume wahr werden zu lassen etwas zog sich in meiner Brust zusammen. Äh, solange ich eben meine Chance nicht vermassele. Olivia Lane, Piper Lewis, Elfengesicht erschien vor meinem, während sie den scharfen, frischen Hauch von Minze ausatmete. Ich habe dich ja seit Ewigkeiten nicht gesehen. Es war schwer, in Kontakt zu bleiben, nachdem ich bei The Market gekündigt hatte. Oh, sie schnupperte und rümpfte die Nase. Du arbeitest immer noch dort, was? Ich weiß ja, du magst die Fischabteilung, aber arbeitest du dort nicht schon, seitdem du ein Teenager warst? Ja, Pieper, ich erzwang ein Lächeln, obwohl es Pieper immer schaffte, dass ich mich klitzeklein fühlte. Aber es war nicht ihre Schuld, dass sie so zierlich und vollkommen war mit dieser blonden, seidigen Mähne, die ihr die Natur beschert hatte, während ich groß und schlagsig war und meine krausen roten Haare mit einem Glätteisen dazu zwingen musste, sich zu ergeben. Auch hatte sie keine Schuld daran, dass sie die UC Santa Barbara absolviert hatte, die Uni, die meine erste Wahl gewesen wäre, während ich das Studium abgebrochen hatte, weil ich mich nicht für ein Hauptfach hatte entscheiden können. Was, wenn ich die falsche Wahl getroffen hatte? Jede Art von Veränderung jagte mir schreckliche Angst ein. Ich seufzte, meinen Kopf neigend. Wie geht es dir? Kann mich nicht beklagen. Sie rutschte auf den Barhocker neben mir und hielt in ihrer mit french Maniküre verzierten Hand ein halbleeres Glas Weißwein. Bin gerade in der Bank befördert worden und hier mit einigen Kollegen, um das zu feiern. Ich habe gehört, äh, eh, du versuchst dein eigenes Geschäft auf die Beine zu stellen, sie biss ihren Fingernagel, spannte ihre Gesichtsmuskeln auf eine Art und Weise an, dass es so aussah, als fände sie die Idee schmerzvoll. Das kam irgendwie überraschend, nicht wahr? Du hast mir gegenüber nie etwas davon erwähnt. Olivia's Occasions hat eigentlich schon auf und es läuft. Ich richtete mich auf meinem Stuhl und nahm einen großen Schluck von meinem Martini. Nur, weil mein Geschäft nicht neu war, musste das nicht heißen, dass die Idee aus dem Nichts gekommen war. Ich hatte es schon immer geliebt, Events zu organisieren, schon seit meiner Party in der dritten Klasse. Alle meine Einladungen waren selbst gemacht und ich hatte eine Wegbeschreibung für jeden meiner achtjährigen Gäste gemacht. Ich hatte nur nie den Mut gehabt, als Erwachsene meiner Leidenschaft zu folgen. Na ja, zumindest nicht, um damit auch Geld zu verdienen. Du weißt doch bestimmt noch, dass ich jedes Jahr das Blue Moon Bay Kürbisfestival organisiere, das ist sehr erfolgreich, erinnerte ich sie. Aber das ist doch zu wohltätigen Zwecken. Sagte sie und tat diese Referenz aus meinem Lebenslauf mit ihrer dreisten Stimme geringfügig ab. Die nehmen doch jeden Freiwilligen, der bereit ist, seine Zeit zu opfern. Es ist ja kein professionelles Event. Ich seufzte und quetschte den Stil meines Martinichlases. Letzten Sommer habe ich die zehnjährige Jubiläumsparty von The Market ganz alleine organisiert und die haben mich für meine Zeit bezahlt. Alle waren hin und weg von der Party und davon, wie glatt alles verlaufen ist, angefangen bei der Werbung bis hin zu dem tatsächlichen Event, sagte ich, wissend, dass sie sich dafür bei meinem Grundsatz bedanken konnten, alles dreimal nachzuprüfen. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätten sie blaue Tischdecken gebracht statt rote, auch wenn ich es am Vortag mit dem Kundenservice gecheckt hatte. Ich meine, hallo? Der Abend lief unter dem Motto aus Liebe zu Hummer, und Hummer sind nicht blau, nicht einmal annähernd. Ich kicherte, wartete darauf, dass sie auch begann. Tat sie nicht. Ich räusperte mich. Ich habe dich an dem Abend mit deinem D gesehen. Wie hat dir das Event gefallen? fragte ich, weil ich dachte, sie hätte eigentlich keine andere Wahl, als zuzugeben, dass ich das Ding gerockt hatte. HMM Sie leerte den Rest ihres Weins bis zur Neige und presste dann ihre Handflächen gegen den Tresen und schaute sich dabei um. Ich glaube, ich brauche noch einen Roländer. Ich piekste eine der Oliven in meinem Martinichlas mit einem Zahnstocher auf und dachte mir, dass auch ich noch einen Drink vertragen könnte. Wieso konnte Pieper nicht einfach zugeben, dass ich tolle Arbeit geleistet hatte? Sie hatte ein perfektes Leben. War es denn wirklich so schwer, mir ein bisschen Anerkennung zu zollen? Ich biss in die Olive, der säuerliche Geschmack explodierte in meinem Mund, während ich mich auf die Landschaft fokussierte, die durch das Erkerfenster zu sehen war. Das tiefe blaue Wasser des Pazifischen Ozeans schimmerte unter der goldenen Sonne und meine Anspannung begann, sich aufzulösen. Hey, du, Piepers kecke Stimme stieg um einige Oktaven, als sie mit jemandem hinter der Bar redete. Ich hätte gern noch ein Glas von ihrem feinsten Roländer. Ich bin gerade auf der Arbeit befördert worden, also bin ich am Feiern. Juhu! Na ja, ich schwelge außerdem auch mit meiner süßen Freundin hier ein bisschen in Erinnerungen, sie legte einen Arm um mich und zog mich an sich, drückte mir ihre blonde Mähne in den Mund und lenkte so meine Aufmerksamkeit vom Ozean weg. Wir hatten ja so viel Spaß, als wir zusammen im The Market gearbeitet haben. Oh, eigentlich denke ich, sie arbeitet immer noch dort, sagte sie kichernd. Irrsinnig witzig, murrte ich und versuchte mich aus ihrem überraschend starken Griff zu befreien. Dann sah ich rüber zum Tresen, um zu sehen, mit wem sie denn da gesprochen hatte. Mein Puls begann ganz plötzlich zu rasen. Wow. Na, der war ja mal umwerfend. Definitiv nicht der Barkeeper, der mich zuvor bedient hatte. Dieser Mann, der sich hinter die Theke gestellt hatte, bewegte sich bestimmt und sah aus wie ein Model aus einem Surfmagazin, mit seiner von der Sonne verwöhnten Haut, seinem goldenen Haar und seinen Augen, die dieselbe Farbe hatten wie die Meeresbucht. Er trug ein rotes kurzärmliges T-Shirt mit der Aufschrift des Restaurants, das seinen beeindruckenden Bizeps zur Geltung brachte und seine muskulöse Brust zur Schau stellte. Ich konnte nicht anders, als mir vorzustellen, dass sich darunter auch ein Waschbrettbauch versteckte. Gänsehaut. Wann hatten die im Skadis einen neuen Barkeeper eingestellt? Wie um alles in der Welt hatte ich diesen attraktiven Mann nicht früher bemerkt. Und wie viel von unserer Unterhaltung hatte er mitbekommen? Plötzlich verhakte sich sein Blick mit meinen. Hallöchen. Meine Wangen wurden heiß. Hallo. Er wischte mit einem feuchten Tuch über die Holztheke. Ich bin Brody Mitchell. Olivia Lane, von der Intensität seines Blickes wurde es mir um die Magengegend herum warm und ich ließ meinen Zahnstocher fallen, in der Hoffnung, dass ich keine Olivenstückchen zwischen meinen Zähnen hängen hatte. Ähm, Brody? Pieper wackelte mit ihren Fingern in seine Richtung. Mein Roländer? Und deine Telefonnummer und wann du Feierabend hast, sie schob einen Kohli und eine weiße Serviette zu ihm hin und leckte sich dann die Unterlippe. Ich bin heute Abend in außerordentlicher Feierlaune. Ich bekam große Augen. Sehr subtil. Welcher Mann könnte einem solchen Anmachspruch von einer wunderschönen Frau schon widerstehen? Wie aufs Stichwort stellte er das Glas Wein vor sie, lehnte sich nach unten und sein Mundwinkel hob sich auf eine sehr sexy Art nach oben. Tut mir leid. Ich habe nur Augen für Rothaarige. Mein Magen flatterte unkontrollierbar, als ich meine Wimpern aufschlug und seinen Blick traf. Er richtete sich auf und zwinkerte mir zu. Darf es noch ein Drink sein, schöne Dame? Ich bin bedient, sagte ich und musste mich zurückhalten, um diesem Mann nicht um den Hals zu fallen. Er hatte soeben meinetwegen Piper Lewis abblitzen lassen. Ich wollte ihn küssen. Lass mich nur wissen, wenn du irgendetwas brauchst. Er lächelte und ging weg, um ein attraktives Pärchen zu bedienen, das sich ans andere Ende des Tresens gesetzt hatte. Nun, sagte Piper, als wäre das ein schmutziges Wort. Sie ließ den Kuli wieder in ihrer Tasche verschwinden, nahm das Weinglas und ließ die Serviette unberührt auf dem Tresen liegen. Ich gehe mal lieber zurück zu meinen Kollegen. Viel Glück mit deinem neuen Geschäft, Olivia. Ich hoffe, es klappt. Grüß deine Mutter und deinen Vater von mir. Mach's gut. Piper, ich spießte die zweite Olive in meinem Glas mit der Spitze des Zahnstochers auf und saugte sie schnell in den Mund, den sauren Einschlag genießend. Dann schaute ich auf mein Handy, ob ich nicht eine Nachricht von Wendy verpasst hatte. Nichts. Sie war aber nicht spät dran. Ich war nur zu früh gekommen. Meine Unterhaltung mit Piper hatte mich beunruhigt, vor allem, weil sie meine Eltern erwähnt hatte. Als ich jung war, dachten alle, mich eingeschlossen, dass ich das perfekte Familienleben führte. Meine Eltern unterstützten mich, liebten meine Freunde und schienen einander treu ergeben zu sein. Dann, vor einigen Monaten, trat meine Mutter online wieder in Verbindung mit ihrem alten Freund aus der Hicks-Schule und verließ meinen Vater. Sie meinte, sie wollte wieder verliebt sein. Anscheinend existierte die Liebe nur mit einem Typen namens Junior. Der unaufhörlich über seine ruhmvollen Tage an der Hicks-Schule als Quarterback der Blue Moon Bay Sharks sprach. Meinem armen Vater zog das den Boden unter den Füßen weg. Ich konnte mich so sehr mit dieser Situation identifizieren. Vor zwei Monaten dachte ich noch, ich hätte meinen Traummann getroffen. Na ja, technisch gesehen hatte ich Hunter Cartwright in der Grundschule getroffen, bevor seine Familie weggezogen war. Aber damals war er noch ein superschüchterner Junge gewesen, der mit Ameisen spielte. Nun aber war er zu einem Riesenschamür geworden und zu einem total heißen Typen. Hunter war nach Blue Moon Bay zurückgekommen, weg von seinem leistungsstarken Job an der Wall Street, um hier sein eigenes Bootsbaugeschäft auf die Beine zu stellen. Er verbrachte einen wirbelhaften Monat währenddem er bei Segeltouren in der Bucht um mich warb und zunehmend über unsere gemeinsame Zukunft sprach, und ich schließlich hin und weg war. Ehe ich mich versah, hatte Hunter mich sitzen lassen, um wieder zu seiner Ex-Freundin zurückzugehen. Ich nehme an, er war darüber hinweggekommen, dass sie eine selbstsüchtige, geldgierige Lügnerin war, seine Worte nicht meine. Ich war völlig baff, weinte ihm nach und konnte seinetwegen nicht schlafen bis ich mir mein Exemplar des Buchs Männer Wer braucht die schon? gekauft hatte. Nachdem ich mit diesem inspirierenden Buch durch war, schrieb ich die Autorin, Greta von Strand, an und bedankte mich bei ihr für ihre Weisheit. Ich fragte sie auch, ob sie jemals in Erwägung gezogen hatte, so etwas wie einen Lehrgangstrip zu veranstalten. Ich erwähnte sogar auf eine gar nicht so subtile Weise, dass Blue Moon Bay der perfekte Ort für so einen Trip wäre, und teilte ihr einige meiner Ideen mit. Sie rief mich an, um mit meinen Ideen ein Brainstorming zu machen. Eine Woche später war der Dateentzug geboren und ich als Eventplanerin eingestellt. Mein Liebesleben mag zwar in Flammen und Asche untergegangen sein, aber meine Karriere war gerade dabei, einen Höhenflug zu erleben. Juhu! Ich trank mein Glas leer, war aufgeregt. Wendy zu treffen und mit ihr über alle Details ihres Trips nach Japan zu plaudern. Ich würde sie auch fragen, ob ich mir für die nächsten zwei Wochen ihren Mercedes leihen könnte. Ihr Wagen könnte mich mit dem richtigen Image ausstatten, um Greta von Strand zu beeindrucken, und das würde sowas von nicht passieren, wenn ich vor ihrer Villa mit Hutney aufkreuzen würde, meinem blassblauen Sedan, der mir ständig unter dem Hintern zusammenbrach. Wenn man den Mechaniker unter einer Schnellwahlnummer gespeichert hat, dann ist es wahrscheinlich Zeit, sich ein neues Auto zu kaufen. Aber es war so schwer, sich von ihm zu trennen, wenn wir doch so viele gute Erinnerungen hatten. Ich hatte Chutney nun seit elf Jahren, seit der Higgs-Schule schon, also aus der Zeit, als meine vier besten Freundinnen und ich immer noch dicke miteinander waren. Nach dem Abschluss war Wendy aufs College gegangen und bis vor kurzem nicht zurückgekommen. Charlie hat ihre Jugendliebe aus der Hicks-Schule geheiratet, der ein Rockstar wurde und sie dann betrogen hatte. Wenn man denn den Berichten der Klatschpresse über deren Scheidung glauben konnte. Megan und ich waren die einzigen aus unserer Clique, die immer noch eng befreundet waren. Ich vermisste unsere Gruppe und fühlte mich glücklich darüber, dass ich nach all den Jahren wieder den Kontakt zu Wendy hergestellt hatte. Aber es war Charlie gewesen, die meinen Wagen Chutney getauft hatte, nachdem mein Freund aus der higgs und ich auf dem Hintersitz etwas zu viel Spaß gehabt und schließlich unser indisches Essen zum Mitnehmen umgeschmissen hatten. Aber dann hatten wir Schluss gemacht und ich blieb mit meinem armen Auto auf diesem Riesenfleck vom Chutney sitzen. Charlie fand das zum Schreien komisch. Sie brachte mich zum Lachen, indem sie mich deswegen immer und immer wieder auf die Schippe nahm. Meine Gedanken schossen zu Gretas Gästeliste für den Ausflug der Frauen, die Charlie Rockwell beinhaltete, die Ex-Frau des Rockstars Rex Rockwell. Schon komisch, wie sich der Kreis geschlossen hatte. Ich fummelte am Stil meines Glases, strich mir dabei eine der langen Strähnen meiner roten Haare über die Schulter und warf wieder einen verstohlenen Blick auf Brody. Schon schade, dass ich mich entschlossen hatte, mich für jetzt von Männern fernzuhalten, so wie es Gretas Buch empfahl. War es auch Charlies Ziel gewesen, mit Verabredungen zu brechen? Wenn sie gewusst hätte, dass ich den Date-Entzug organisierte, hätte sie sich trotzdem eingetragen? Ich hatte keine Ahnung, was ich zu Charlie sagen sollte, wenn ich sie sah. Was sagt man zu einer alten Freundin, die reich und berühmt geworden war und sich dann von ihrem Rockstar-Ehemann in einem legendären öffentlichen Skandal hatte scheiden lassen? Das war eine taffe Aufgabe. Diesen Ausflug konnte ich aber nicht abblasen. Ich hatte noch nie zuvor so viel Herz in meine Arbeit gesteckt. Hätte Greta mich nicht mit diesen Trips beauftragt, hätte das bedeutet, dass Pieper zu Recht an mir zweifelte, dass ich meine Träume vergessen sollte und mich mit einem Vollzeitjob im Büro abfinden sollte, bei dem ich wenigstens gut was verdienen würde. Deine Freundin ist gegangen, kam eine raue Stimme, erfüllt von Humor. Ich schaute auf zu Brody, dem blauäugigen Barkeeper aka meinem Helden, und lächelte. Ich habe dich nie zuvor hier gesehen. Seit wann arbeitest du bei Scottys? Er starrte mich einen Moment lang an, dann hob sich sein Mundwinkel nach oben, als hätte er ein Geheimnis, was er mir nicht verraten wollte. Das ist eine lange und komplizierte Geschichte. Ich öffnete meinen Mund und wollte ihn fragen, nicht anbetteln. Mir die Hintergründe dieses mysteriösen Grinsens zu verraten, aber dann erinnerte ich mich an Greta's lebensveränderndes Buch Männer, wer braucht die schon? Und die Tatsache, dass ich mich im Moment auf mich selbst konzentrieren und nicht flirten sollte. Ich schob also mein Glas nach vorn. Ich hätte gern noch einen Drink. Was würdest du einer Frau empfehlen, die nicht mehr zu haben ist? Seine Haltung änderte sich ein kleines bisschen. Verlobt? Was? Nun ja, nicht verlobt. Ich winkte mit der Hand ab und fühlte mich dankbar, dass ich nicht einmal annähernd zu einer Verlobung mit Hunter gekommen war, dem Wiesel, das seine lügnerische Ex-Freundin mir vorgezogen hatte. Wenn es keinen Mann gab, der mich ablenken könnte, könnte ich nun all meine mentale Energie dahingehend steuern, mein Geschäft aufzubauen und super erfolgreich zu werden. Na ja, jedenfalls, wenn es nach Gretas Buch geht, ich bin nur im Moment ganz karriereorientiert. Rodi schnitt eine Grimasse, als er sich an den Tresen lehnte. "Schlimme Trennung, was?" Mein Magen zog sich zusammen, aber ich zwang mich zu einem Schulterzucken. "Kommt schon mal vor." "Das ist hart", er hielt inne und studierte mich. Dann warf er mir einen Blick von der Seite zu und griff hinter den Tresen. "Ich habe genau das Richtige für dich." Scottys Blue Moon Breeze. Ich wollte ihn gerade fragen, was in diesem Special denn drin war, aber er hatte sich schon umgedreht, um mir den Drink fertig zu machen, mir dabei den Bonus gönnend, mir seine knackige Hinterseite anschauen zu dürfen, während er sich bückte, um etwas unter dem Tresen hervorzuholen. Ich musste aufhören, ihn abzurecken, aber ich konnte meinen Blick einfach nicht von ihm wegreißen. Einen Moment lang stellte ich mir vor, wie es wohl sein könnte, Brody Mitchell zu Daten. Dann wanderten meine Gedanken zu Hunter. Als wir bei der Wohltätigkeitsveranstaltung aufeinander gestoßen waren, die ich durch Olivia's Occasions ausgerichtet hatte, schien er der perfekte Typ zu sein. Kurz, nachdem wir begonnen hatten zu Daten, sprach er über eine gemeinsame Zukunft und ich glaubte ihm. Als Hutney zusammenbrach, arbeitete ich über Stunden im The Market, um die Reparaturkosten abdecken zu können. Während meine Aufmerksamkeit auf meine finanziellen Probleme und die Arbeit gerichtet war, entzog sich Hunter meinem Bann und ging zurück zu seiner Ex-Freundin. Ich fühlte mich wie eine Idiotin, weil ich gedacht hatte, wir hätten etwas Besonderes. Und der Schmerz darüber, dass ich sitzen gelassen wurde, saß tief. Nicht unbedingt etwas, was ich gerne wiederholen würde. Ich musste wie Greta werden. Sie war stark, erfolgreich und würde es niemals zulassen, dass ein Mann sie verletzte. Bitte schön, zauberhafte Dame. Brody stellte ein hohes Glas vor mich hin, gefüllt mit Eis, über welches eine hellblaue Flüssigkeit lief. Ich hoffe, das hilft deiner Seele. Von Grund auf. Ehe ich mir eine originelle Antwort einfallen lassen konnte, war er schon weg in Richtung eines anderen Gastes, der das Bedürfnis nach Alkohol hatte. Ich nippte kurz an meinem Drink und schnaufte. Sehr stark, süß und geschmacklich wie etwas, was ich nicht einordnen konnte, vielleicht ein Wassereis mit Oregon-Himbeersirup mit Schuss. Oh ja. Das Blue Moon Breeze war köstlich. Ich trank etwas mehr. Hey, Süße! Tut mir leid, dass ich spät dran bin, sagte Wendy, die plötzlich wie aus dem Nichts auftauchte sie glitt auf den barhocker neben mir und hängte ihre tasche an den haken unter dem tresen es sind nur zwei minuten sagte ich auf mein handy schauend dann wanderte mein blick unabsichtlich wieder zu brody der das pärchen anlächelte das er bediente heiss sein kopf drehte sich plötzlich und unsere blicke trafen sich meine wangen wurden heiß und ich wendete schnell meinen kopf zu wendy hin peinlich berührt, dass er mich gerade dabei erwischt hatte, wie ich ihn anstarrte. Wendy lächelte. Den neuen Barkeeper abchecken, was? Nein, log ich und nahm einen Schluck meines leckeren Drinks. Freut mich zu sehen, dass du über Hunter hinweggekommen bist, während ich weg war, sie lachte, lehnte sich zu mir rüber und umarmte mich. Es ist, als hätte ich dich eine Ewigkeit nicht gesehen. Du warst doch nur drei Wochen in Japan, sagte ich, aber ich hatte sie auch vermisst. Sie war wieder nach Blue Moon Bay gezogen, als sie Großmutter Skoriles in am Wasser geerbt hatte, und es fühlte sich gut an, wieder Kontakt zu ihr zu haben. Ich kann es kaum abwarten, alles über den Trip zu hören. Warte mal, sie streckte ihre Hand nach oben. Ich habe gehört, es gibt interessante neue Entwicklungen bezüglich deines Geschäfts. Wer hat dir das gesagt? Ich hob meine Augenbrauen und dachte, es müsste Megan gewesen sein, da ja Wendy den Kontakt zu Charlie ebenfalls verloren hatte. Und was genau hast du gehört? Ich sehe, eine neue Freundin hat sich dir angeschlossen, Brody's sanfte Stimme kam aus dem Nichts und umhüllte meine Schultern wie ein Seidenschall. Die Schmetterlinge in meinem Bauch ignorierend, schaute ich auf und sah direkt in die blauen Augen, die mich ebenfalls anstarrten. Ja, das ist Wendy, ich gestikulierte in ihre Richtung und bemerkte, dass er sie zwar höflich anlächelte, seinen Blick aber gleich wieder zu mir zurückwandern ließ. Wendy, das ist Brody Mitchell, der hier vor kurzem angefangen hat, aus komplizierten Gründen. Er kicherte und Fältchen formten sich an beiden Seiten seiner Augen. Ehrlichere Worte sind noch nie gesprochen worden. Schön dich kennenzulernen, sie sah von Brody zu mir und dann wieder zurück zu ihm. Ich habe das Gefühl, als hätte ich einen Teil der vorherigen Unterhaltung verpasst. Er öffnete den Mund und wollte antworten. Es ist eine lange Geschichte, unterbrach ich ihn und tat, als sei ich nicht schrecklich gespannt zu hören, was denn seine Geschichte war. Ich denke, es ist am besten, wenn wir es einfach dabei belassen. Wendy schaute mich merkwürdig an. Okay. Olivia ist eine schlaue Frau, sagte er und seine Mundwinkel zuckten leicht, bevor er sich zu Wendy umdrehte. Was kann ich dir zum Trinken anbieten? Sie zuckte mit der Schulter. Ich nehme, was auch immer Olivia da trinkt. Er nickte und grinste mich flüchtig an. Blue Moon Breeze, kommt sofort. Sobald er sich umgedreht hatte, lehnte sie sich zu mir und flüsterte, Du freudest mit dem Barkeeper, was ich ja etwas merkwürdig finde, weil Megan gesagt hat, dass du eine Villa in den Klippen gemietet hast, um dich dort mit einer Gruppe männerhassender Frauen zu verbünden. PSSST, meine Augen weiteten sich, weil sie leise sein musste, da Brody immer noch in der Nähe war. Niemand hasst Männer. Es ist ein professionelles Happening, bei welchem Frauen sich zurückziehen. Und diesen Rückzugstrip organisierst du wegen dem, was mit Hunter passiert ist? Du kannst doch nicht zulassen, dass dich eine schlimme Trennung so aus der Bahn wirft. Sie schaute mich an und dann flüchtig zu Brody, der wie ein Profi mit dem Schäkel zugange war. Oder hat dich dieser Typ etwa um eine Verabredung gebeten? Mein Magen flatterte bei dem Gedanken daran. Nein und nein. Sie schubste mit ihrer Schulter die meine. Was ist denn dann los? Sei leise, sagte ich, blickte wieder verstohlen in Brodies Richtung, um sicher zu gehen, dass er uns nicht gehört hatte. Wie aufs Stichwort drehte er sich um und stellte Wendy's blauen Drink ab. Er lächelte mich kurz an und ging dann entlang des Tresens zu einem anderen Gast, den er bediente. Als er außer Hörweite zu sein schien, drehte ich mich zu Wendy. Ich habe eine Villa in den Klippen gemietet, weil ich dort eine Veranstaltung für Greta von Strand organisiere. Die Autorin, Wendy's Kinnlade fiel herunter und sie starrte mich an. Greta von Strand war bei jeder großen Talkshow zu Gast, seitdem es ihr Buch in die Bestsellerliste geschafft hat. Sogar ich habe ein digitales Exemplar auf meinem E-Book-Reader. Nicht, dass ich es gelesen hätte. Ich habe die gebundene Ausgabe auf meinem Nachttisch stehen, als Anleitung, sagte ich, verschwieg aber die Tatsache, dass ich ebenfalls digitale Kopien auf meinem E-Book-Reader und Smartphone hatte. Greta hat mich beauftragt, einen zweiwöchigen Rückzugstrip zu organisieren, den wir Date-Entzug nennen, also einen luxuriösen Rückzugstrip für Frauen, der Männer, wer braucht die schon, zum Leben erwecken soll. Acht Frauen haben ihn gebucht und ich habe Janine damit beauftragt, mir auszuhelfen. Wendy verschluckte sich an ihrem Drink und fuhr mit der Hand an ihre Brust. Janine, meine frühere Assistentin? Die soeben Immobilienmaklerin geworden ist? Wie kannst du dir das leisten? Greta bezahlt mich gut und Janine braucht das Extrageld wirklich, da sie sich immer noch ihre Klientel aufbaut. Ich nahm einen Schluck meines Drinks und schaute schnell und verstohlen zu Brody rüber, der Bier aus dem Hahn zapfte. Die Muskeln seiner Arme waren gut definiert. Ich stellte mir vor, wie ich mit meinen Händen über sie fuhr. Höher auf mit den schmutzigen Gedanken, Olivia! Mein Drink für single funktionierte sowas von überhaupt nicht. Jedenfalls, bei dem Rückzugstrip geht es darum, die Bindungen untereinander zu stärken, es geht um Schwesternschaft und darum, als umwerfende Single-Frau Spaß zu haben. Janine und ich arbeiten zwar bei der Veranstaltung, aber wir freuen uns auch auf einer persönlichen Ebene darauf. Sie nahm einen langen Schluck aus ihrem Glas. Das ist ja großzügig von dir, dass du Janine einen Job angeboten hast, aber du weißt, dass du das Geld brauchst. Was, wenn Chutney wieder zusammenbricht? Ich wäre völlig aufgeschmissen. Seufz. Frauen müssen zusammenhalten. Das sagt Gretas Buch. Ich kann nicht glauben, dass du meine Assistentin bestochen hast, sagte sie mit flachem Atem. Ehemalige Assistentin. Und starke, unabhängige Frauen zu sein, macht uns nicht zu Männerhasserinnen. In Gretas Buch geht es eher um die Selbstwertsteigerung. Darum, dass man nicht ein Mann sein muss, um eine komplette Persönlichkeit zu sein. Sie lächelte ironisch und berührte dann meine Hand. Ach, deswegen kannst du deinen Blick nicht vom Barkeeper lösen. Du findest ihn heiß. Gib's zu. Ich quetschte ihre Hand. Ob er heiß ist oder nicht, ist völlig irrelevant. Wenn dieser Rückzugstrip gut läuft, kommt mein Geschäft in die Gänge. Greta hat so viele Konnektions, dass ich auf ewig mit Kunden überflutet wäre. Und dann müsste ich endlich nicht mehr im The Market arbeiten, sagte ich, machte auf meinem Hocker einen kleinen Tanz und hob meine Hand für ein High Five. Das ist ein großer Schritt für mich. Ich hatte Angst, in meinem Leben weiterzukommen, weil ich dachte, ich würde scheitern. Aber jetzt habe ich echte Aussichten auf Erfolg. Ganz im Ernst, ich bin stolz auf dich, sie schlug mir auf die Hand. Jetzt erzähl mir mehr über diesen Rückzugstrip. Singt ihr da am Lagerfeuer und verbrennt Geschenke von euren Ex-Freunden? Du bist zum Tod lachen, sagte ich, aber ich musste trotzdem lachen. Der Rückzugstrip wird Kapitel aus Gretas Buch nachahmen. 1. Sich auf die Unabhängigkeit von den Männern konzentrieren. 2. Sich auf sich selbst konzentrieren. Und 3 Sich auf Freundschaften konzentrieren. Zusätzlich zu Greta's Vorträgen habe ich unterhaltsame Aktivitäten geplant. Wir verbringen einen Tag im Spa, mieten ein Boot, um fischen zu gehen, reiten auf einer Ranch und lernen, wie man einen Reifen am Auto wechselt. Sollte unbeschreiblich werden. Wendy rümpfte die Nase. Beim Tag im Spa wäre ich dabei. Aber Fischen und Automechanik? Lieber stelle ich jemanden ein. Ich denke, all diese Aktivitäten sind toll, sagte ich defensiv. Die Wahrheit war, dass ich es nicht sonderlich aufregend fand, einen Fisch zu fangen oder den Reifen zu wechseln. Aber wie unabhängig würde ich denn erscheinen, wenn ich das zugeben würde? Nicht so sehr. Greta möchte, dass all ihre Gäste lernen, eigenständig zu sein. Nur weil es schön ist, einen Mann in seinem Leben zu haben, muss das nicht bedeuten, dass man sich auf einen verlassen muss? Wenn du das sagst, sagte Wendy trocken. Sollen wir jetzt was zu essen bestellen? Klar, sagte ich und sah, wie sie Brody zu uns rüber rief. Ich seufzte, weil ich in derselben Sekunde, in der er zu uns kam, anfangen wollte, mit ihm zu reden. Ich senkte meinen Kopf und starrte auf die schwimmenden Eiswürfel und erinnerte mich selbst daran, dass ich mich jetzt auf mein Geschäft konzentrieren musste. Hey, was kann ich für euch Damen tun? Mein Kopf knickte weiter nach unten, als er vor uns stehen blieb. Kriegen wir bitte die Speisekarten? fragte Wendy. Brody zog unter dem Tresen zwei in Lederhöhlen gebundene Speisekarten hervor und legte sie vor uns hin. Dann warf Wendy mir ein Grinsen zu. Ich bin gleich wieder da. Muss nur schnell für kleine Mädchen. Als sie verschwand, zuckte ich zusammen, sah dann wieder nach oben und direkt in Brodis Augen, die meine durchbohrten. Ich grinste ihn schmunzelnd an und zuckte die Achseln. Sie hat einen ironischen Sinn für Timing. Ich denke, sie ist scharfsinnig, sagte er. Wie kommt's? Er lehnte sich nach unten und seine Unterarme auf den Tresen. So dass wir in Blickhöhe waren. Na ja, so wie ich das sehe, gibt sie uns beiden etwas Zeit zusammen, sein Blick hatte solch eine Intensität, dass mein Herz mir gegen die Rippen schlug. Weißt du, es ist wirklich jammerschade, dass du dich im Moment auf deine Karriere konzentrierst. Ich hob eine Augenbraue. Ach ja, ist es das? Die meisten Menschen finden das lobenswert. Na ja, ich meine, wenn du nicht so auf deine Karriere fokussiert wärst, würde ich dich fragen, ob du mit mir ausgehen möchtest, sagte er und sein Mundwinkel hob sich auf einer Seite nach oben. Schmetterlinge überfluteten meinen Bauch, aber ich schaffte es, zurückzulächeln. Oh. Ähm, ja, ich, na ja, danke. Die Wahrheit ist, wenn du mich fragen würdest, würde ich in Versuchung kommen, ja zu sagen. Aber ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, mein Geschäft aufzubauen. Und ich kann dich nicht mit irgendetwas umstimmen? Schau mich weiter mit diesen blauen Augen an, dachte ich. Dann haute ich mir in Gedanken eine rein. Aber ich war in Versuchung, ja zu sagen. So sehr in Versuchung. Hunter hatte mir Unrecht getan, aber das bedeutete nicht, dass andere Männer das auch würden. Leider musste ich erst von Greta lernen, auf meinen eigenen zwei Beinen zu stehen, ehe ich mich dem nächsten möglichen Herzschmerz öffnete. Also schüttelte ich den Kopf. Nein, tut mir leid. Vielleicht sehe ich dich ja von Zeit zu Zeit hier in der Bar? Wohl eher nicht, sagte ich ungern. Ich war immer noch in Versuchung. Schade für mich, er lächelte mich noch einmal an, aber dieses Mal ohne den Glanz, der davor in seinen Augen war. Ich versuchte, den Schlag in meine Magengrube zu ignorieren und war dankbar, als Wendy wieder auf ihren Hocker neben mich glitt. Sie sah mich an, dann Brodys zurückgezogene Haltung. Was habe ich verpasst? fragte sie. Die Frage war eher, was ich verpasste, indem ich nicht mit Brody ausging. Ach, na ja, einfach schlechtes Timing, nahm ich an. Ich lächelte meine Freundin überaus fröhlich an. Nichts. Lass uns Essen bestellen. Und du kannst mir von deinem Trip nach Japan erzählen. Kapitel 2 Wendy's weißer SUV, den sie mir großzügigerweise geliehen hatte, ließ sich traumhaft fahren. So ein Unterschied zu meinem lieben Chutney. Der Gedanke erinnerte mich an Charlie und eine Mischung aus Nostalgie und Anspannung überflutete mich. Ich fragte mich, wie es werden würde, wenn ich sie wieder sah, würde sie nett sein und all unsere Kindheitserinnerungen wieder auffahren, oder würde sie hochnäsig sein. Ich meine, sie hatte den heißesten Rockstar der Welt geheiratet und ich war einfach nur in Blue Moon Bay geblieben und hatte mir den Hintern abgearbeitet. Als ich vor der großen spanischen Kolonialvilla anhielt, die eine Aussicht auf ganz Blue Moon Bay bot, schaltete ich den Motor und die Gedanken an Charlie aus. Zeit, um sich auf die Schaffung meiner Karriere zu konzentrieren. Ich schickte eine Bitte ins Universum, mir zu helfen, diesen Rückzugstrip zu rocken. Wenn ich es schaffen würde, Greta zu beeindrucken, dann wäre ich endlich mehr als nur eine Frau, die nach Fisch roch und die vom perfekten Mann sitzen gelassen worden war. Viel mehr als nur der Gegenstand aller Witze von Piper Lewis. Entschlossen. Diese Veranstaltung perfekt zu machen, schnappte ich mir meine Mappe mit den Programmen für den Rückzugstrip und allen Gästeinfos. Mein Magen war aufgewühlt, aber ich erinnerte mich selbst daran, dass ich gestern alles geprobt hatte. Ich hatte sogar meine Begrüßung einstudiert, für den Zeitpunkt, wenn die acht Frauen ankamen. Tief durchatmen, Olivia. Die bogenförmige Holztür der Villa öffnete sich, als ich aus dem Auto stieg. Janine schnellte zu mir rüber mit einem Riesenlächeln im Gesicht. Ihre blonden Haare waren ordentlich nach hinten gekämmt und zu einem Dutt zusammengesteckt und sie trug einen roten Businessanzug mit einer weißen Seidenbluse. Sehr professionell. Sie dürfte mehr kosten, als ich mir leisten konnte, aber die Gewissheit, dass sie mir in den nächsten zwei Wochen den Rücken freihalten würde, ließ mich etwas Anspannung abbauen. Hallo, Janine. Freut mich dass du rechtzeitig hier bist, sagte ich. Hallo, Olivia, sagte sie, ihre Stimme schrill und enthusiastisch. Ich bin so aufgeregt wegen dieses Rückzugstrips. Ich bin früher gekommen und habe sichergestellt, dass alles makellos ist. Abgehackt, sie machte in der Luft ein Häkchen mit dem Finger. Ach, eine Frau genau nach meinem Herzen, sagte ich und dachte mir, dass sie meine Methode der dreifachen Überprüfung lieben würde. Ich hatte zuvor noch nie eine Assistentin gehabt, also hatte ich keine Ahnung, wie man einen Angestellten behandelte. Ich schüttelte ihre Hand und bekam dafür einen merkwürdigen Blick von ihr. Hätte ich sie umarmen sollen? Ich rubbelte meine verschwitzten Handflächen gegen die Vorderseite meines Rocks, in der Hoffnung, dass sie nicht gemerkt hatte, wie wahnsinnig nervös ich war, und beeilte mich dann, um mein Gepäck zu holen. Greta ist eine Bestseller-Autorin und sie hat mir gesagt, dass sie nur Top-Qualität gewohnt ist. Sie erwartet nichts weniger für unsere Gäste, ich zerrte meinen Trolley auf die Erde und zog den Griff nach oben. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht leicht zufriedenzustellen sein wird, aber wenn wir zusammenarbeiten, sollte es keinerlei Probleme geben. Mach dir keine Sorgen, Janine schnappte sich einen meiner Koffer und rollte den Stofftrolley die Treppe hinauf. Ich hatte es im Immobiliengeschäft schon mit vielen anspruchsvollen Kunden zu tun. Ich bin mir sicher, Wendy hat dir gesagt, dass ich mal einen Nervenzusammenbruch hatte. Okay, zwei, sie hielt eine Hand hoch, hielt einen Moment inne, ehe sie weiterlief. Aber ich habe mit meinem Psychologen daran gearbeitet, die Ruhe zu bewahren, also wird das nicht mehr vorkommen. Meine Augen weiteten sich und ich erinnerte mich plötzlich an Wendys Reaktion. Als ich ihr sagte, Janine würde meine Assistentin sein. Ähm, Wendy hat nichts erwähnt. Ihre Lippen zogen sich zusammen, als hätte sie eine saure Zitrone gegessen. Ach, dann ist ja nicht so wild. Okay, der Druck in meiner Brust baute sich stärker auf, aber ich hatte keine Zeit, um in Panik auszubrechen, wenn doch die Gäste bald eintreffen würden. Ich musste einfach darauf vertrauen, dass Janines Seelenklempner ihr Problem in der Wurzel erstickt hatte. Mit zittrigen Händen legte ich die Mappe auf den Abstelltisch am Eingang und befreite mich aus meiner kurzen Lederjacke. Ich atmete tief ein und beobachtete mich im Spiegel über dem antiken Tisch. Das pfaublaue Oberteil, das es trug, brachte meine blauen Augen zur Geltung und meine langen roten Haare hingen über meine Schulter. Ich hasste meine Haare bis zu dem Zeitpunkt, als eine Freundin aus der Market an die Fachschule für Kosmetik ging. Sie hatte praktisch nichts dafür genommen, mir die Haare in ein feuriges Rot mit goldenen Strähnen zu färben, und sie hatte mir auch beigebracht, wie man ein Glätteisen benutzte. Unter meinem kritischen Blick wusste ich, dass ich professionell aussah. Ich musste hoffen, dass Greta dem zustimmte. "Du siehst fantastisch aus", sagte Janine. Danke, ich schwenkte meinen Kopf zu ihr und fühlte mich nun etwas sicherer. Aber in meinem Hinterkopf konnte ich immer noch die Worte von Piper Lewis hören, Möchtest du nicht gerne eine vielversprechendere Karriere als die im The Market? Mein Rücken begradigte sich. Wenn die Gäste ankommen, weise ich sie auf ihre Zimmer. Greta bekommt die Suite mit dem großen Schlafzimmer und ich habe die Frauen jeweils in Paaren in jedes der Gästezimmer im oberen Geschoss eingeteilt. Perfekt, sie folgte mir in Richtung Küche. Sich ein Zimmer zu teilen, wird die Bindung zueinander fördern und das ist ja der Hauptfokus beim Rückzugstrip, sie legte eine Hand auf meinen Unterarm. Ich habe mir dein Programm gestern Nacht viele Male durchgelesen und kann es praktisch auswendig. Wunderbar, wir schritten in die Küche und ich überprüfte alles dreimal. Die Kücheninsel war bereits mit Erfrischungen für den Mittag arrangiert. Das Essen hatten wir liefern lassen und der Kühlschrank war geradezu voll mit Snacks und ähnlichen Dingen. Nach einem kurzen Blick auf meine Tabelle atmete ich erleichtert durch und starrte aus dem Fenster auf den leeren Küstenstreifen. Ich bin im Zimmer am Ende des Flurs. Deines ist gleich daneben. Ähm, teilen wir uns nicht ein Zimmer, fragte Janine und ertappte mich unvorbereitet. Sie hörte sich so begeistert an, an dieser ganzen Veranstaltung teilzunehmen. Auf die Weise können wir zusätzlich zur Arbeit auch den ganzen Rückzugstrip voll auskosten, so wie du es am Telefon erwähnt hast. Oh, wir können, ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, etwas Zeit für mich alleine zu haben, da es mich einschüchterte, die nächsten zwei Wochen 24 Stunden am Tag am Handyhörer zu hängen. Dazu erschöpfte mich Janines hoher Energiepegel bereits jetzt. Ihre braunen Augen wurden rund und ich hätte mich schlecht gefühlt, hätte ich Nein gesagt. Ja, definitiv. Lass uns ein Zimmer teilen. Das eine am Ende des Flurs hat zwei Doppelbetten. Lass uns unser Gepäck dahin bringen, damit es nicht im Weg steht, wenn Greta ankommt. Ich nehme deinen Koffer, Janine klatschte sich in die Hände und war schon mit meinem Koffer verschwunden, ehe ich etwas sagen konnte. Ich sah sie den Gang runter verschwinden. Sie schien eine wirklich nette Frau zu sein, aber das Wort von vorhin kreiste mir einfach immer wieder im Kopf herum: Nervenzusammenbruch. Ich könnte mir niemandes Nervenzusammenbruch leisten. Ich schaute auf mein Handy. Keine Nachricht von Greta oder von einem der Gäste. Das war gut, da sie ja jeden Moment hier sein müssten. Als Janine zurück in die Küche kam, zeigte ich in Richtung der Kücheninsel. Also, das Erste, das wir den Damen anbieten, wenn sie ankommen, ist ein leichter Snack und ein Mango Mimosa-Cocktail. Greta hatte den ausdrücklich bestellt, also musste das wohl ihr Lieblingsgetränk sein. Sobald alle ausgepackt haben, machen wir ein Grillfest auf der Terrasse hinter dem Haus und dann spielen wir Volleyball unten am Privatstrand. Wenn die Sonne untergeht, machen wir ein Lagerfeuer. Hört sich das gut an? Hört sich sehr an wie ein Sommerferienlager, sagte Janine und schaute dann um sich auf die hohen Decken und die teure Möblierung. Sie lachte. Aber etwas eleganter. Ich nickte und dachte mir, wie ironisch das doch war, dass ich völlig pleite war und doch mitten in einer Villa stand und mit meiner Assistentin redete. Plötzlich war ein schrilles Reifenquietschen draußen vor der Eingangstür zu hören. Jemand ist da. Bist du bereit? Janine nickte. Ihre Augen weiteten sich leicht, als sie mir zur Tür folgte. In meiner Brust zog sich etwas zusammen und ich versuchte, nicht an die Möglichkeit zu denken. Den Rest meines Lebens in The Market arbeiten zu müssen, wenn ich diesen Rückzugstrip vermasselte. Nein, so dürfte ich nicht denken. Ich würde gleich Greta von Strand treffen, die Autorin von Männer, wer braucht die schon, und die Frauen, denen ich am meisten ähneln wollte. Ich lief nach draußen und sah Greta aus einem glänzenden Porsche-Cabriolet aussteigen. Sie streifte sich ihre große schwarze Brille von der Nase und schob sie dann nach oben auf ihren Kopf. Ihre dunklen Haare fielen in einen Bob und umrahmten ihr zartes Gesicht. Sie konnte nicht größer gewesen sein als 1,60 Meter, aber sie strahlte Kraft und Selbstbewusstsein aus. Herzlich willkommen, Greta, sagte ich, überwältigt schon alleine von der Tatsache, in ihrer Nähe zu sein. Olivia Lane, sie benutzte einen Ton, als wären wir die besten Freundinnen. So schön, Dich zu sehen, liebes, sie gab mir ein Küsschen auf beide Wangen, machte dann einen Schritt zurück und lächelte strahlend. Ich nehme an, alles steht für die Ankunft der Damen bereit? Absolut, versprach ich, legte eine Hand auf mein Herz, das mir gegen die Rippen pochte. Das ist Janine, meine Assistentin. Sie zeigt dir deine Suite. Sie hat einen überwältigenden Ausblick auf Blue Moon Bay. Hervorragend, Greta nickte in Janines Richtung und öffnete den Kofferraum ihres Kabriolets, welcher unter der Vorderhaube war. Sie holte einige Designerkoffer heraus und Janine nahm ihr sofort einen ab. Ich werde mich etwas auffrischen, bevor die Gäste kommen. Greta und Janine verschwanden im Haus, gerade als eine weiße Limo in der geschwungenen Auffahrt anhielt. Mein Magen flatterte vor Aufregung und ich plasterte mir ein Lächeln aufs Gesicht. Jetzt oder nie. Alles musste perfekt laufen, entweder Olivias Occasions oder der totale Reinfall. Willkommen, trällerte ich der ersten Besucherin zu, die aus der Limo schritt, eine Designerjeans und einen auffälligen grünen Pulli trug. Ich bin Olivia Lane. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug. Hallo, Olivia. Die Frau stieg aus der Limo und nahm sanft meine Hand. Ich bin Sylvie Myers und ich bin eigentlich aus Blue Moon Bay. Natürlich, sagte ich und wollte mir selbst in den Hintern treten, weil ich nicht daran gedacht hatte, dass einige unserer Gäste Einheimische waren. Ihre Gastgeberin, Greta von Strand, wartet drinnen auf sie. Wir werden zwei fabelhafte Wochen miteinander verbringen. Einige der Damen begrüßten mich oder stellten mir Fragen und ich war so abgelenkt, um nicht zu sagen nervös dass ich beinahe die letzte Person verpasst hätte, die aus der Limo gestiegen war. Ich erblickte sie aus dem Augenwinkel und ich musste zweimal hingucken. Charlie Rockwell, aka Charlie Kelly, und meine ehemalige beste Freundin. Ich gaffte sie an und vergaß vollkommen meine eigentliche Rolle. Als sie mich erspähte, gaffte sie zurück. Sie hatte dieselben glatten, schwarzen Haare und eine Haut wie aus Porzellan, Genau wie sie sie in der Hicks-Schule gehabt hatte, aber ihre mandelbraunen Augen hatten den Funken verloren. Stattdessen waren sie rot unterlaufen und sie hatte dunkle Ringe unter ihnen. Und trotzdem war sie die hübscheste hier anwesende Frau. Sie strahlte eine Präsenz aus, mit der nicht einmal Greta mithalten konnte. Wir hatten seit dem Sommer nach der Hicks-Schule, seit ganzen neun Jahren, nicht mehr miteinander gesprochen, als sie nach Südkalifornien gezogen war um mit ihrem Freund an ihrer Seite das Studium zu beginnen. Ich hatte keine Ahnung, wie viel von dem, was ich in der Klatschpresse über sie gelesen hatte, der Wahrheit entsprach, aber sie sah erschöpft aus. Ich wollte sie umarmen, ihr sagen, wie lieb ich sie immer noch hatte und dass ich ihrem Ex-Mann am liebsten in den allerwertesten treten würde dafür, dass er sie verletzt hat. Stattdessen hielt ich ihr lasch meine Hand hin. Willkommen, Frau Rockwell. Freut mich sehr, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit beehren. Was zum Mein Gesicht wurde heiß und es gab keine Worte, die hätten beschreiben können, wie dumm ich mich wegen der gestammelten Worte fühlte, die soeben aus meinem Mund gespien kamen. Charlie hatte in meinem Haus geschlafen, mir Zöpfe geflochten und sogar meinen Wagen getauft. Wieso benahm ich mich also wie ein von der Welt der Stars faszinierter Schwachkopf? Die Verlegenheit traf mich wie ein Sandsturm am Strand. Meine Augen kniffen sich zusammen. Etwas flackerte über Charlies Mimik hinweg, aber ihre Augen erheiterten sich augenblicklich, als würde sie versuchen, sich das Lachen zu verkneifen. Die Heiterkeit in ihren Augen verflog aber sehr schnell und sie schüttelte meine Hand. Das ist sehr professionell von dir, Olivia. Gern geschehen. Sagte ich und wollte dabei meinen Kopf in einem großen, dunklen Loch vergraben. Irgendwie schaffte ich es, meine beiden Mundwinkel nach oben zu zwingen, und hoffte, das würde als ein höfliches Lächeln durchgehen. Darf ich dich ins Haus begleiten? Sie neigte leicht ihren Kopf und nickte dann, na klar. Als wir das Haus betraten, wollte ich mich dafür entschuldigen, dass ich so ein Volltrottel war, und Charlie bitten, mir meine Lahmheit zu vergeben. Als ich gelesen hatte, dass sie zurück nach Blue Moon Bay gezogen war, hatte ich vor, sie anzurufen und ihr zu sagen, wie leid es mir wegen der Scheidung tat. Aber ich tat es nicht. Ich hätte mich komisch gefühlt, wenn ich den ersten Schritt gemacht hätte, weil sie eine Prominente war und ich in der Fischabteilung im The Market arbeitete. Als Charlie zu der Gruppe gestoßen war, entschuldigte ich mich, um Janine mit den Mimosa-Cocktails und den Snacks im Wohnzimmer zu helfen. Greta hatte es sich auf einem Lederstuhl bequem gemacht und plauderte mit Sylvie und auf sie ging ich als erstes zu. Ein Mango Mimosa Cocktail, wie du es verlangt hast. Anstatt zurückzulächeln, zog sich ihr Mund fest zusammen und sie schüttelte ihren Kopf. Himbeere hört sich besser an. Danke, Liebes. Ich spürte einen Anflug von Panik, aber ich ließ es mir nicht anmerken. Auch wenn meine Gedanken in die Küche geschossen waren und ich mich zu erinnern versuchte, was ich da alles verstaut hatte. Tiefgekühlte Blaubeeren, Erdbeeren und ja, Imbeeren. Dem Himmel sei Dank. Ich mache dir sofort einen fertig, Greta, ich drehte mich zu Silvi, fühlte mich unausgesprochen blöd, weil ich es Greta nicht recht machen konnte, obwohl ich genau das gemacht hatte, was sie verlangte. Mann, mein Selbstvertrauen brauchte einen Kick. Hätten Sie auch gerne Himbeere? Ich hätte gern die Mango, sagte sie und zwinkerte mir zu, als sie das Tulpenglas annahm. Ich spürte einen Andrang von Wärme, als hätte Silvis Zwinkern bedeutet, dass sie wusste, dass ich kein Volltrottel war. Als ich einen Himbeermimosa-Cocktail anrührte, ertappte ich mich dabei, wie ich mich fragte, ob Greta mich bloß auf die Probe stellte. Wenn dem so war, dann musste ich so einer Herausforderung mit entschiedener Ruhe begegnen. Ich musste sie um jeden Preis beeindrucken, sodass ich die erste Eventplanerin von Blue Moon Bay werden konnte und Pieper zeigen konnte, dass sie bezüglich mir im Unrecht war. Als ich ins Wohnzimmer zurückkam und Greta ihren Drink reichte, bat sie mich, den Gästen von den abendlichen Aktivitäten zu erzählen. Ich lächelte und drehte mich zu den Damen die plauderten und sich langsam kennenlernten. Willkommen allerseits, rief ich in die Runde und zog die Aufmerksamkeit von allen auf mich. Wieso entspannen Sie sich nicht alle und packen aus, dann haben wir ein Grillfest auf der Terrasse. Nach dem Abendessen spielen wir Volleyball am Strand. Eine große, schlanke Frau hob die Hand, wäre es in Ordnung, wenn wir jetzt einfach am Strand entspannen würden? Ich könnte wirklich etwas Sonne vertragen, nachdem ich den ganzen Tag im Flugzeug gesessen habe. Ich wollte gerade antworten, aber Greta redete dazwischen. Natürlich kannst du. Deswegen haben wir ja einen Privatstrand, sie hielt inne und schaute mich eindringlich an. Bemüht euch, eine Bindung zueinander aufzubauen, meine Damen. Kapitel 3. Sich auf Freundschaften konzentrieren. Eine unabhängige Frau zu sein, Bedeutet auch eine beträchtliche Anzahl von Freundinnen zu haben, die ihr den Rücken frei halten. Also entspannt euch und habt Spaß. Olivia hat versprochen, dass wir in den nächsten zwei Wochen keinen Mann zu Gesicht bekommen. Nicht einmal einen Gärtner. Mein Kopf schwenkte in ihre Richtung. Wann hatte ich denn das Versprechen gemacht? Egal. Es war ja nicht so, als würde es ein Problem sein, Männern aus dem Weg zu gehen, wenn wir doch sowieso die meiste Zeit in der Villa verbringen würden. Außerdem war der Strand privat, im Besitz des Hausbesitzervereins. Ich hatte es erst noch vor einer halben Stunde gecheckt, es war nicht eine einzige Menschenseele in Sicht. Sollen wir, meine Damen, ich zeigte in Richtung der Fenstertüren, die nach draußen führten. Alle folgten mir und ich führte sie auf die Terrasse, die eine Aussicht auf den Privatstrand und die Bucht hatte. Ich starrte auf den glitzernden Ozean, atmete die frische Luft ein, spürte die Hitze der Sonne auf meinen Wangen pulsieren und erlaubte mir, diesen Rückzugstrip zu genießen. Der Klang lärmenden Gelächters wehte zur Terrasse hinauf. Mein Herz schlug einmal zu schnell, als ich runter zum Strand schaute. Meine Kinnlade fiel runter. Unser privates Volleyballfeld war besetzt von einer Gruppe Männer, allesamt mit nackten Oberkörpern. Oh, nein. Es war wie die verflixte Volleyballszene aus Top Gun. Wo waren die bloß hergekommen? Ehe ich den schockierten Gesichtsausdruck von Greta überhaupt verarbeiten konnte, stand plötzlich Janine an meiner Seite und meine Augen glotzten in Richtung des Mannes, der gerade den Aufschlag machte. Ich nahm alles auf, seine blonden Haare und seine Figur. Die wie gemeißelt war, etwa wie eine griechische Statue. Seine Größe gab ihm einen leichten Vorteil beim Spiel. Und obwohl all diese Dinge mir sehr bekannt vorkamen, klickte es erst, als er einen anderen Typen rief, der auf einer der Strandliegen saß und an einem blauen Drink nippte. Hintern hoch, da wusste ich sicher, dass ich ihn kannte. Meinen Rückzugstrip für Frauen störte niemand Geringeres als der heiße Barkeeper aus Scottys. Brody Mitchell. Janine, mach mir bitte einen dieser Mimosa-Cocktails, murmelte ich, versuchend, meinen Nervenzusammenbruch zu unterdrücken. Halt mal die Mango. Kapitel 3 Die Frauen des Rückzugstrips schienen sich nicht im geringsten darüber aufzuregen, die muskulösen Männer mit nackten Oberkörpern unten am Strand Volleyball spielen zu sehen, aber Greta's Gesicht war unter ihrem penibel aufgetragenen Make-up purpurrot geworden. Ich war so konzentriert darauf, wie man dieses Problem schnell lösen könnte, dass mein Kopf schier rauchte. Wenn mir bald keine Lösung einfiel, würden meine Träume darüber, eine starke, erfolgreiche Frau wie Greta zu werden, in Flammen aufgehen. Wie konnte das passieren? flüsterte Greta mir ins Ohr. Ihre Stimme war angespannt, als sie in Richtung der sportlichen Männer zeigte, die der Katalysator meines professionellen Verderbens sein könnten, ohne das überhaupt zu wissen. Dieser Strand ist Privatbesitz. Ich neigte mich zu ihr, sodass die anderen nichts hören konnten. Technisch betrachtet gehört der Strand allen Häusern entlang der Klippen. Die Jungs sind vielleicht die Besitzer oder Freunde von einem der Hausbesitzer. Wie auf Bestellung jubelte eines der Teams, sie hatten anscheinend das Match gewonnen, dann jubelte die gesamte Gruppe und sie joggten zusammen zu der Treppe, die zum Haus nebenan hinaufführte. Na toll. Hätten sie nicht jemanden um die Ecke besuchen können? Und sich dann aus dem Staub machen? Greta drehte ihren Kopf um und starrte mich mit zusammengekniffenen Augen an. Das ganze Ansinnen dieses Rückzugstrips war, dass die Frauen untereinander ihre Beziehung stärken, Olivia. Du hast das gewusst, als ich dich eingestellt habe. Ich möchte die nächsten zwei Wochen diese Männer hier nicht mehr sehen. Hörst du mich? Ähm, dachte sie etwa wirklich, ich hätte die Macht, Leute aus deren Häusern zu schmeißen? Was für eine Art von Superpower dachte sie wohl, besäße ich? Ich musste sie aber schnell beruhigen. Wenn sie eine Zeichentrickfigur wäre, käme da im Moment Dampf aus ihren Ohren. Ich berührte ihren Arm und sagte in beruhigendem Ton, ich verstehe deine Besorgnis, Greta. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie rechtsgültig dazu zwingen kann, zu gehen. Bring das nur wieder in Ordnung, sagte sie in einem Ton, der kühler war als das sprichwörtliche Eis. Schluck. Ich werde sehen, was ich machen kann, sagte ich und meine Karriere als die erste Eventplanerin begann sich vor meinen Augen in Luft aufzulösen. Ich fand Janine und bat sie, die Gäste runter zum Strand zu bringen, während ich nach nebenan ging und versuchte, diese Männer irgendwie davon zu überzeugen, sich die nächsten zwei Wochen nicht mehr blicken zu lassen. Es ging nichts über das, seine Nachbarn zu beleidigen, wenn sie eine Party veranstalteten. Mit erhobenem Kopf stapfte ich um den gepflegten Garten entlang des Hauses, meine Absätze versanken in der weichen Erde. Dann lief ich durch das Tor und beeilte mich zum Nachbarhaus, versuchte mir dabei eine höfliche Weise auszudenken, sie zu bitten, zu verschwinden. Mir fiel nichts ein. Ich drückte auf die Klingel, tapste von einem Fuß auf den anderen, während ich mich zu entschließen versuchte, wie ich diese Situation wieder gerade biegen konnte. Greta war etwas mehr als uneinsichtig, aber wenn ich nicht die nächsten 20 Jahre Fischgeruch auf meiner Haut haben wollte, musste ich ihren Wünschen nachkommen. Das war meine einzige Möglichkeit. Die Tür schwang auf und ein Funken von Überraschung zeichnete sich auf Brody Mitchells attraktiven Zügen ab. Er kriegte sich schnell wieder ein, verschränkte die Arme über seinem immer noch nackten Oberkörper. Ach du liebe Güte! Er sah gut aus, als er seinen Mund aufmachte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass im Staat Kalifornien Stalking illegal ist. Wenn du so sehr mit mir ausgehen wolltest, hättest du es nur gleich sagen brauchen. Ich verdrehte meine Augen. Dein Ego ist ja so groß wie dieses Haus. Anstatt beleidigt zu sein, hob sich sein Mundwinkel auf eine sehr sexy Weise nach oben. Das habe ich schon ein- oder zweimal gehört, er lehnte sich gegen den Türrahmen und erlaubte mir auf diese Weise eine viel nähere Sicht auf seine durchtrainierte Brust und seinen Waschbrettbauch. Ach du dickes Ei. Aber dann wiederum, was soll ich denn bitte denken, wenn eine hübsche Frau, wie du es bist, an meiner Tür aufkreuzt, fragte er mit unschuldigem Ton. Mein Magen flatterte unkontrollierbar. Ich musste mich selbst daran erinnern, dass ich hier der Arbeit wegen war, und nicht, um mit dem heißen Typen von nebenan zu flirten. Das ist dein Haus? Er nickte. Überrascht, dass ein Barkeeper so ein Haus besitzt? Ich hoffe, das ist kein Snobismus, den ich da höre. Ich räusperte mich. Das ist keine private Angelegenheit, Brody. Meine Klientin ist Gastgeberin eines Rückzugstrips für Frauen nebenan und sie würde es wirklich begrüßen, wenn du und deine Freunde jegliche Störungen reduzieren, wenn nicht sogar ganz unterlassen könnten. Er hob seine rechte Augenbraue und schaute mich sexy von der Seite an. Sagst du nicht einmal, dass es schön ist, mich wiederzusehen? Ja, schon gut, es war ja schön. Schön und ablenkend. Genau, wie ich es in Greta's Buch gelesen hatte. Ein Blick auf einen attraktiven Typen und die meisten Frauen vergaßen voll und ganz, eine eigene Person mit eigenen Zielen zu sein. Dann schlenderte der Typ weiter zur nächsten und ließ die Frau mit einem gebrochenen Herzen zurück. Na, das würde dieses Mal sicherlich nicht ich sein. Dein sexy Blick mag vielleicht bei anderen Frauen funktionieren, aber ich bin völlig auf meine Arbeit konzentriert und lasse mich nicht ablenken, sagte ich, stupste ihn mit meinem Finger an und berührte dabei zufällig seine harte Brust. Hoppla. Sein Lächeln wurde viel strahlender. Du findest mich sexy. Ich wusste es. Nein, ich, uff. Ich hatte gesagt, er sei sexy, aber ich hatte es ja nicht als Kompliment oder so gemeint. Dieser Typ machte mich noch ganz irre. Oder die Hickschulschwarm-Reaktion meines Körpers auf seinen sexy Körper, die netten Augen und das ehrliche Lächeln machten mich irre. Wie dem auch war, ich musste mich konzentrieren. Hör zu, ich stecke wirklich in einer Zwickmühle hier und habe keine Zeit für Spielchen. Ich habe meiner Chefin versprochen, dass hier in den nächsten zwei Wochen während des Rückzugstrips keine Männer sein werden, die die Frauen ablenken könnten und ihr lauft hier mit nackten Oberkörpern herum. Können du und deine Freunde bitte wenigstens versuchen, angezogen zu bleiben? Und vielleicht auch im Haus, wenn das kein Problem ist? Andernfalls werde ich gefeuert. Sein Gesichtsausdruck normalisierte sich und er fuhr sich mit der Hand durch die goldenen Haare. Es tut mir leid, dass unsere Anwesenheit dir Probleme bereitet. So sehr ich dich auch glücklich machen wollen würde, kann ich nicht garantieren, was diese Jungs in den nächsten zwei Wochen, die wir hier sind, machen werden oder nicht. Es ist aber schön, dich wiederzusehen. Die Einladung zum Abendessen steht übrigens immer noch, falls du deine Meinung ändern solltest. Es war, als traf mich ein Stromschlag mitten in den Bauch. Was meinst du mit den nächsten zwei Wochen? Wir werden zwei Wochen hier sein. Er bewegte sich auf mich zu, legte seine Hand auf meine Schulter und lehnte sich an mein Ohr. Ich nehme an, man könnte sagen, wir machen hier selber einen Rückzugstrip. Ein Haufen Mitarbeiter, die zusammen am Strand abhängen. Uns macht es aber nichts aus, dass Frauen nebenan sind, sagte er, mir die Schulter tätschelnd. Mein Kopf war benebelt und ich mochte die elektrischen Funken nicht, die mir wegen seiner sanften Berührung durch die Schulter schossen. Die Tatsache, dass ich wegen dieses atemberaubenden, arroganten Typen gefeuert werden würde, stand immer noch. Nur, damit wir uns richtig verstehen, ich habe null Interesse an einem Abendessen mit dir. Falls wir einander wieder über den Weg laufen sollten, was ich wirklich nicht hoffe, hör bitte auf, mich zu fragen, ob ich mit dir ausgehe. Das wird niemals passieren. Er kicherte. Du scheinst etwas angespannt. Wie wäre es mit einem Spaziergang am Strand mit mir? Ich verdrehte die Augen. Ist denn für dich alles ein Spaß? Offensichtlich werde ich weder zum Strand noch sonst wohin mit dir gehen. Wenn Greta uns zusammen sehen würde, ich seufzte und rümpfte meine Nase. Seid ihr wirklich zwei Wochen hier? Oder wolltest du mich nur veräppeln? Sein Gesichtsausdruck war wieder ernüchtert und all der Humor, der da gewesen war, war in eine sanfte Trauer übergegangen. Ja, das war mein Ernst. Wir kommen von unten aus San Felipe, wir haben letztes Jahr einen von uns verloren und wir sind hier, um zusammen allem ein bisschen zu entkommen. Mein Onkel hat uns sein Strandhaus angeboten. Das ist alles. Das tut mir leid, sagte ich und spürte einen Anflug von Mitleid ihm gegenüber und ich fühlte mich schlecht, weil ich ausgerastet war. Es war traurig, dass sie einen ihrer Barkeeper verloren hatten, und es hörte sich an, als hätten sie sich wirklich nahe gestanden. Wenn er aber wirklich aus San Felipe war, was hatte er dann unten bei Skadis hinter dem Tresen gemacht? Die Frage tänzelte in meinem Hirn, stichelte. Ich wollte nicht fragen, aber ich konnte meine Neugier nicht länger im Zaum halten. Was ist denn die lange Geschichte hinter Skadis? Wieso bist du dort Barkeeper? Sein sanftes Grinsen war wieder da, ein Mundwinkel schoss höher nach oben als der andere. Ich erzähle es dir, wenn du mit mir am Strand spazieren gehst. Das ist Erpressung, sagte ich, stark versucht, ja zu sagen. Er neigte sich zu mir, so nahe, dass ich seinen Atem auf meiner Wange spüren konnte. Nein, Erpressung ist, wenn du etwas gegen jemanden benutzt. Du würdest auf beiden Linien gewinnen, wenn du mitkommen würdest. Wirk! Er machte mich sowas von wütend. Und ich hasste es, wie sehr ich doch mit ihm mitkommen wollte. Also machte ich einen bedeutenden Schritt zurück. Weißt du was? Ich habe hierfür keine Zeit. Ich muss ein Geschäft leiten und jetzt muss ich mich noch extra anstrengen, um meine Chefin glücklich zu machen, dank euch, weil ihr nebenan seid. Er richtete sich auf, griff die Tür mit seiner Hand. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, schöne Dame. Vielleicht treffen wir ja unter besseren Umständen irgendwann wieder aufeinander. Leb wohl, Brody, ich machte auf dem Absatz Kehrt, schritt fort, so schnell ich konnte, wütend darüber, was er sich da erlaubte. Wieso bestand er immer wieder darauf, dass ich Zeit mit ihm verbringen sollte? Verstand er denn kein Nein? Wie konnte ich zulassen, dass meine Neugier mich überkam? Wie peinlich. Plus seine Ablehnung, es mir zu erzählen, ließ mich die Geschichte mehr denn je wissen wollen. So armselig. Ich wiederholte in Gedanken unsere Unterhaltung und fragte mich, ob es noch irgendetwas anderes gab, was ich hätte tun können, um sie um Gretas Willen fernzuhalten. Als ich zurück zur Villa lief, mit Schritten. Von denen ich hoffte, sie sehen aus wie ein entschiedener Gang, bog ich um die Ecke und blieb kurz stehen. Gegenüber vom Rasen stand eine der Frauen von unserem Rückzugstrip, Amy, und plauderte mit einem Typen ohne Oberkörperbekleidung. Ich erkannte ihn vom Volleyballmatch. Die Art und Weise, wie sie ihre Haare nach hinten strich und seinen Arm spielerisch tätschelte, ließ mich wissen, dass sie nicht über Männer, wer braucht die schon? sprachen. Panik schoss durch mich hindurch. Mein Blick wanderte wild umher, um zu sehen, ob Greta diesen Flirt beobachtete. Zum Glück war sie nirgends zu sehen. Ich musste Amy wieder zu den geplanten Aktivitäten zurückbringen, und zwar pronto, bevor Greta sie beim Flirten erwischte. Amy? Amy, Liebes? Greta's Stimme strömte aus dem Haus. Das Klick-Klick-Klick ihrer Stöckelschuhe hallte auf dem Kachelboden von innen wieder und wurde immer lauter. Olivia, hast du Amy gesehen? Ich zuckte zusammen und hetzte los, um das Pärchen zu unterbrechen. Wie sollte ich während der nächsten zwei Wochen die Frauen von den Männern von nebenan fernhalten? Nicht weniger wichtig, wie sollte ich meine Gedanken davon abhalten, zum sexy Barkeeper abzudriften, an den ich nicht denken sollte? Kapitel 4 Ich konnte die Wellen durch das offene Fenster hören, noch ehe ich meine Augen geöffnet hatte. Die kühle Morgenluft war schwer vom salzigen Meeresgeruch. In meinem nebligen Schleier, immer noch kuschelig und warm eingewickelt in den Quilt meines Bettes, spürte ich das feinste Prickeln in meinen Gliedern, als ich den Traum, den ich soeben hatte, wieder in Gedanken abspielte. Ich schlenderte unten am Strand mit dem umwerfendsten Mann, den ich je gesehen hatte. Er stand da erhobenen Hauptes, mit seinen breiten Schultern und der sonnengebräunten Haut, seinem goldenen Haar und den zwinkernden blauen Augen, die Quintessenz eines kalifornischen, heißen Surfers. Unsere Hände waren ineinander verflochten, während wir zwischen dem Sand und der Brandung entlang liefen. Ich konnte förmlich den Sprühnebel des Ozeans spüren, als die kalten Wellen über unsere nackten Füße rollten. Der Mundwinkel dieses Mannes hob sich auf eine schelmische Weise, der ich nicht widerstehen konnte, also schaute ich zu ihm hoch und fragte: Was ist der wahre Grund, wieso du bei Skadis hinter dem Tresen arbeitest? Ich wusste, dass sie immer noch die Antwort hören möchten: Schöne Dame, er griff mich um die Taille, hob mich hoch und drehte mich im Kreis. Dann setzte er mich ab und lachte. Ich sage es dir nur, wenn du mich küsst. Mein Herz pochte in meiner Brust und ich war perplex von seinem selbstbewussten Ausdruck, als wüsste er, wie gerne ich doch auf sein Angebot eingehen würde. Oh, nein. Ich hatte von Brody Mitchell geträumt. Sogar in meinem versonnenen Nebel beim Aufwachen wurde sein Lächeln immer breiter, als er sich zu mir neigte und Ich sprang im Bett auf und setzte mich hin. Ich schnaufte, hielt mir die Hände vor den Mund. Ich starrte rüber zu Janines Bett, das nur einige Meter weit weg war, und war erleichtert zu sehen, dass sie immer noch tief schlief. Wie konnte ich von dem Sexy Barkeeper von nebenan träumen, während ich bei einem Rückzugstrip für unabhängige Frauen war, der mit meinem Beispiel angeführt werden sollte? Hallo, heuchlerisches Unterbewusstsein? Träum davon, wie Olivia's Occasions jeden Morgen in den Nachrichten kommt oder von etwas gleichwertig Fantastischem. Ich sank zurück ins Bett, legte meine Hand auf meine Stirn und spürte einen warmen Schwall von einem Traum. Das sexy Grinsen, das er hatte, das packte mich jedes Mal. Wirk. Ich musste mich wieder konzentrieren. Greta würde bemerken, wenn ich nicht hundertprozentig bei ihr und dem Date-Entzug war. Ich befürchtete, dass sie einen sechsten Sinn für solche Sachen hatte. Zugegebenermaßen war Brody Mitchell heiß. Und gut, sein Grinsen stellte Unglaubliches mit meinem Bauch an. Aber ich musste es nicht haben, einem weiteren Mann zu verfallen, der mich eh nur wieder enttäuschen würde. War es das, was Greta von Strand machen würde? Keineswegs. Ich musste mich auf das konzentrieren, was ich wirklich für mich als erfolgreiche Frau wollte, mein Geschäft zu etwas ausbauen, das mich stolz machen würde. Greta war mein Ticket zu diesem Ziel, also musste ich mich darum kümmern, dass die bevorstehenden zwei Wochen so reibungs- und nahtlos abliefen wie nur irgend möglich. Ich musste dafür jeden von Gretas Zügen vorhersehen können und jeder ihrer Anforderungen nachkommen. Meine Gedanken schweiften wieder zu Brody ab und wie nahe er mir gekommen war, als ich an seiner Tür gestanden hatte. Ich seufzte und zog die Laken fest an meinen Hals. Wie konnte ein einfacher Sterblicher so umwerfend ohne T-Shirt aussehen? In meinem Traum war ich mit meinen Händen über diese festen Muskeln gefahren und sie fühlten sich unter meinen Fingerspitzen warm und straff an. Gänsehaut. Würde es denn schaden, einen unschuldigen Spaziergang am Strand mit ihm zu machen? Ich drückte meine Augen zu, schüttelte meinen Kopf gegen mein Kissen. Ich konnte mir das nicht weiter antun. Der logische Teil meines Gehirns sagte mir, alle Gedanken an Brody zu blockieren, aber mein verräterisches Unterbewusstsein konnte ihn einfach nicht loslassen. Mit einem weiteren Seufzer schwang ich meine Beine aus dem Bett und machte mich auf ins Bad. Ich brauchte eine kalte Dusche, auch wenn ich bezweifelte, dass sie die Hitze abkühlen konnte, die der heiße Typ von nebenan in mir ausgelöst hatte. Eine Stunde später war ich im Esszimmer, bereit, die Frauen zu begrüßen und das Programm für die nächsten zwei Wochen zu besprechen. Greta war nirgends zu sehen. Die Frauen kamen paarweise einige Momente später. Amy platzte ins Zimmer und ich dachte wieder daran, wie sie mit dem Typen von nebenan geflirtet hatte. Ich erinnerte sie daran, dass es bei diesem Rückzugstrip darum ging, von Männern unabhängig zu sein was offensichtlich nicht das Flirten mit ihnen beinhaltete und ich hoffte einfach nur, dass sie sich von Brodis Arbeitskollegen fernhalten würde. Amy war zwar einverstanden, aber sie verdrehte gleichzeitig die Augen. Nicht wirklich eine vielversprechende Antwort. Amy bediente sich mit Rühreiern und einem Karottenkuchenmuffin vom Buffet und lächelte mich peppig an. Sollen diese Typen von nebenan eine Herausforderung für uns darstellen oder so? Sie sind ja attraktiv. Wie ein Haus voller männlicher Models. Ich klopfte mir bei der Vorstellung auf die Wange. Charlie schritt ins Esszimmer, genau in dem Moment, in dem Amy die Frage gestellt hatte. Sie traf meinen Blick mit ihren mandelbraunen Augen und wir teilten ein geheimes Lächeln, das mich an unsere Freundschaft in der Hicks-Schule erinnerte. Ich schüttelte meinen Kopf. Die Jungs sind auf einer Art Arbeitskollegentrip. Wir sollten so tun, als seien sie nicht da und uns auf uns selbst konzentrieren. Wenn doch nur mein Unterbewusstsein meinen eigenen Ratschlag befolgen könnte. Charlie nahm sich einen Teller, griff nach einem Haferflockenmuffin und streifte mich mit ihrem Blick. Greta ist letzte Nacht gegangen und ich habe sie seitdem nicht gesehen. Ich wollte aber mit ihr reden. Eine Idee, wo sie sein könnte? Ich verschluckte mich an meinem Kaffee und bedeckte meinen Mund. Ich bin mir sicher, sie ist bald wieder da, sagte ich und versuchte die aufkommende Panik zu zerstampfen. Greta war gegangen? Wieso? Ich hoffte, sie war nicht unterwegs, um einen Ersatz für mich zu finden. Sie ist eine beschäftigte Frau und musste sicherlich was Geschäftliches erledigen oder so. Mit einem flauen Gefühl im Magen entschuldigte ich mich und eilte in die Küche, wo ich mein Handy rausholte und Greta textete, ein Gast fragt nach dir. Bist du bald wieder hier? Ich drückte auf Senden, starrte dann auf das Display und wünschte mir eine schnelle Antwort herbei. Das Glück hatte ich aber nicht. Panik stieg in mir auf und mein Puls schlug schneller. Ich dachte an ein Zitat aus Männer, wer braucht die schon, eine selbstbewusste Frau behält in jeder Situation die Kontrolle. Wenn Greta zurückkam, würde sie mein Programm für den Rückzugstrip sehen und mein Organisationstalent würde sie davon überzeugen, dass ich die richtige Person für dieses Event war. Heute würde alles gut gehen, also würde sie gar keine andere Wahl haben, als mich vor allen, die sie kannte, zu loben. Jetzt war alles. Was ich tun musste, die Frauen davon zu überzeugen, bei jeder der Aktivitäten mitzumachen, und die Männer von nebenan so weit wie möglich von meinen Gästen fernzuhalten. Wie schwer konnte das schon sein? Ich schluckte meinen restlichen Kaffee runter. Nachdem alle mit dem Frühstück fertig waren, bat ich sie ins Wohnzimmer, sodass wir das Programm besprechen konnten. Eine Frau namens Erin hob die Hand. Ihre kastanienbraunen Locken waren zu einem unordentlichen Dutt hochgesteckt und sie trug eine randlose Brille. Endlich jemand, der diesen Rückzugstrip ernst zu nehmen schien. Ich warf ihr einen dankbaren Blick zu. Ja, Erin? Sie zwirbelte eine lose Locke um ihren Finger. Ich dachte mir, wir sollten gute Nachbarinnen sein und die Jungs von nebenan zum gemeinsamen Kochen oder so einladen. Die schienen ziemlich nett zu sein. Ich zählte leise bis zehn und fühlte mich dankbar, dass Greta nicht hier war, um Erens Vorschlag zu hören. Aber wo war Greta bloß? Ich hatte ihr dreimal getextet. Was, wenn sie meinen Ersatz vom Flughafen abholte? Piper Lewis würde sich ins Fäustchen lachen, nachdem ich mit diesem Rückzugstrip so geprahlt hatte. Ich atmete tief ein. Danke für den Vorschlag, Erin. Aber wir werden keine Zeit für gemeinsames Kochen mit den Nachbarn haben. Wir werden viel zu beschäftigt damit sein, uns auf uns selbst und aufeinander zu konzentrieren. Greta und ich haben lustige, actionbepackte zwei Wochen für euch alle geplant. Wir werden Männer, wer braucht die schon? Zusammenlesen, diskutieren, unsere Gedanken austauschen. Wir werden Yoga im Fitnessraum machen und uns alle paar Tage zu einem unglaublichen Abenteuer aufmachen. Heute gehen wir Hochseeangeln. Während der nächsten zwei Wochen besuchen wir auch ein Spa, lernen, einen Reifen am Wagen zu wechseln, wir gehen reiten und machen ein Lagerfeuer am Strand. Gerade als ich aufhörte zu sprechen, hörte ich die Eingangstür zuknallen. Greta. Janine warf mir einen Blick zu und flitzte entnervt aus dem Zimmer. Vielleicht wurde ihr klar, dass wenn ich gefeuert werde, sie wahrscheinlich auch gefeuert würde. Eine exotisch anmutende Frau mit pechschwarzem Haar namens Isabel hob ihre Hand. Ja, Isabel, ich steckte so viel Enthusiasmus in meine Stimme, wie ich nur konnte und hoffte, Greta würde hören, dass hier alles unter Kontrolle war. Sie schmiegte ein Exemplar der gebundenen Ausgabe von Greta's Buch an ihre Brust. Du hast zwar Nein zum gemeinsamen Kochen mit den Jungs von nebenan gesagt, aber könnten wir sie nicht einladen, einige der Aktivitäten mit uns zu machen? Das wäre doch mal ein tolles Abenteuer. Ich zuckte zusammen, weil ich wusste, dass Greta Isabels Frage gehört haben musste. Darum geht es bei dem Date-Entzug nicht, erinnerst du dich? Wir sind wegen drei Dingen hier, als erstes, sich auf die Unabhängigkeit von den Männern konzentrieren, als zweites, auf uns selbst konzentrieren. Denkt dran, ihr werdet über eure Ziele nachdenken, wie etwa Karriere oder Gesundheit oder das Leben allgemein. Und drittens, wir sind hier, um uns auf die Freundschaft zu anderen Frauen zu konzentrieren, nicht zu anderen Männern. Ein paar der Frauen nickten, aber Amy, Erin und Isabel waren geknickt. Ihr habt euch für den Date-Entzug aus einem persönlichen Grund angemeldet und heute ist der erste Tag, an dem ihr euch auf das neue Ich konzentrieren werdet. Am Ende dieses Tages werdet ihr euch stärker und selbstbewusster fühlen, genau wie die unabhängigen Frauen, die ihr seid. Ich hatte meinen besten motivierenden Ton benutzt und das mag vielleicht auch geklappt haben. Gut, meine Damen. Es ist Zeit, eure Sachen für einen Tag auf dem Boot zu packen. Wir fahren in genau zwei Stunden zum Angelausflug. Als die Frauen gingen, um sich fertig zu machen, stand Greta hinten im Zimmer und krümmte ihren Finger in meine Richtung. Olivia, komm bitte her. Ich muss dich mal kurz sprechen. Mein Magen verdrehte sich und ich musste schwer schlucken, entschieden, ein mutiges Gesicht aufzusetzen. Ich zwang mich zu einem Lächeln, und als ich mich ihr näherte, sagte ich, nun, ich denke, der Morgen ist wirklich gut gelaufen. Die Damen werden den Bootsausflug bestimmt genießen. Greta wedelte abweisend mit ihrer Hand und ihre Gesichtsmuskeln spannten sich an, die Ader auf ihrer Stirn pochte. Ich habe das Haus nebenan recherchiert und es gehört Scotty Mitchell. Er ist der Inhaber von Scottys Fischrestaurant in der Stadt. Kennst du den Ort? Meine Unterlippe fiel fast auf den Boden, als mein Gehirn damit kämpfte, sich zu erinnern, was Brody über den Hausbesitzer gesagt hatte. Ja, ihm. Sie verzog das Gesicht als Reaktion auf meine unverständliche Antwort und kam dann näher. Du weißt das zwar nicht, aber Scotty Mitchell war der letzte Mann, der mein Herz gebrochen hat. Der Untergang unserer Beziehung hat meinen Besteller Männer, wer braucht die schon? Inspiriert. Wie es scheint, hat er die Villa für die nächsten zwei Wochen seinem Neffen geliehen. Es ist fast, als wäre er immer noch drauf aus, mich zu quälen. Scotty Mitchell hatte Gretas Herz gebrochen? Das ist, ähm, nicht gut, sagte ich und erinnerte mich daran, dass Brody gesagt hatte, dass sein Onkel ihm das Haus für seinen Trip mit den Kollegen überlassen hatte. Also war Scotty Brody's Onkel? Na toll. Greta legte ihre manikürte Hand auf meinen Arm. Du hast diesen Neffen nie vorher getroffen, nicht wahr? Denn wenn du ihn früher getroffen hättest und irgendetwas hiermit zu tun hättest, müsste ich dich unverzüglich feuern. Jede Ader in meinem Körper gefror und ich atmete nervös ein. Lügen oder nicht? Ehe ich die Möglichkeiten abwägen konnte, öffnete sich mein Mund wie von selbst und folgende Worte kamen heraus. Ich verstehe es vollkommen, Greta. Wir Frauen müssen zusammenhalten, Kapitel 9. Freundinnen den Rücken frei halten, und wenn ich von diesem Scarly Mitchell oder seinem Neffen gewusst hätte, hätte ich es dir gleich erzählt: keine komplette Lüge, da ich Prodi ja nicht kannte, ein kleiner harmloser Flirt mit ihm in der Bar war ja schon alles gewesen. Gut. Freut mich, dass wir da auf derselben Seite sind, ihre Augen kniffen sich zusammen und strahlten leser in meine Richtung aus. Jetzt muss ich wissen. Was gedenkst du gegen diese Situation zu unternehmen? Während Greta mich anstarrte, wurde das Rumoren in meinem Bauch noch intensiver und ich dachte, ich müsste mich übergeben. Keine Chance, dass ich hätte ahnen können, dass dieser kleine, harmlose Flirt in der Bar meine Karriere hätte begraben können, ehe sie überhaupt richtig gestartet war. In mir baute sich Druck auf und meine Schläfen pochten. Ehe ich es durchdachte, klapperte ich das Erste aus, was mit eingefallen war. Ich denke, dass es eigentlich für alle gut sein wird, die Männer während unseres Rückzugstrips nebenan zu haben. Was? Was willst du damit sagen? spieg Greta aus. Ich versuchte, mich zu beruhigen, dachte nach und streckte dann meine Handfläche aus. Hör mich an! Jede Frau kann doch für sich selbst unabhängig sein, nicht wahr? Dazu braucht es nicht viel. Was aber die Unabhängigkeit von den Männern beweist, ist, dass wir einer Versuchung widerstehen können. Die Jungs von nebenan werden lahme Enten im Vergleich zur Kraft der Frauen beim Dateentzug sein. Wir werden sie den Tag bereuen lassen, an dem Scully Mitchell dein Herz gebrochen hat. Mein Magen verkrampfte sich. Was um alles in der Welt redete ich da bloß? Keine Chance, dass mir Greta irgendetwas davon abkaufte. Mein geliebtes Geschäft war nur Augenblicke von seiner Zerstörung entfernt. Greta's Gesicht verzerrte sich vor Wut, dann zu Frustration, aber dann, plötzlich, leuchteten ihre Augen auf. Natürlich, das ist brillant. Du hast vollkommen recht. Wir beweisen unsere Stärke und Unabhängigkeit, indem wir der Versuchung widerstehen. Die Männer müssen bei all unseren Ausflügen dabei sein, sie lächelte mich süß an und tätschelte dann meine Schulter. Richte es ein, Liebes. Mit diesen Worten drehte sich Greta um und ging. Ich stand da wie angewurzelt, mein Unterkiefer war praktisch ausgehängt. Eine kühle Brise blies mir meinen Pony in die Augen und ich streifte die Haare weg, als ich mich umdrehte, um die Nachbarvilla anzustarren. Was hatte ich da gerade getan? Sicher, ich hatte meinen Job gerettet. Na ja, zumindest schien er im Moment gesichert zu sein. Mit Greta's Stimmungsschwankungen wusste man nie. Aber ich musste zurück zu Brody Mitchell kriechen und das, nachdem ich mich ihm gegenüber so kühl benommen hatte. Wirk! Es führte kein Weg drumherum. Ich würde alles in meiner Macht stehende tun, um eine starke, unabhängige Frau zu werden, auch wenn das bedeutete, den Mann von nebenan, den ich einige Male abgewiesen hatte, um einen Gefallen zu bitten. Kapitel 5. Ich lief über den Rasen zur Mitchell Villa nebenan und mein Magen sprudelte vor Sorge. Nachdem ich Brody so schäbig behandelt hatte, waren die Chancen gering bis nicht existent, dass er und seine Kumpels mit zu den Ausflügen kamen, es sei denn, ich ließe mir eine erniedrigende Möglichkeit einfallen, um es wieder wettzumachen. Wieso hatte ich bloß mein großes Maul Greta gegenüber geöffnet und vorgeschlagen, dass die Männer sich uns anschließen? In der Zeit, die es brauchte, um zu Brodies Eingangstür zu kommen, hatte ich es geschafft, mir selbst einzureden, dass ich davor im Recht war. Wenn mir Brody überhaupt erst erzählt hätte, dass er Scottys Neffe war, anstatt einen auf sexy und geheimnisvoll zu machen, dann säße ich erst gar nicht in diesem Schlamassel. Entschieden drückte ich heftig die Klingel, entschlossen, professionell zu bleiben und die Dinge mit Greta wieder in Ordnung zu bringen. Leider kam keiner an die Tür. Ich klingelte wieder, ohne Erfolg. Ich atmete frustriert aus, lief dann ums Haus herum, um zu sehen, ob Brody vielleicht auf der Veranda war. Nö, die stand auch leer. Außer ins Haus einzubrechen, wusste ich nicht, was ich noch tun sollte. In weniger als einer Stunde sollte es mit dem Bootsausflug losgehen. Ich war schon bereit, frustriert aufzuschreien, als ich Rufe und Jubel vom Strand kommen hörte. Ich eilte in Richtung der Treppe und schaute nach unten, sah dabei eine Gruppe Männer, die gerade surfte. Manche von ihnen ohne T-Shirt. Manche im Stehen. Manche paddelten. Manche hatten kurzärmlige Neoprenanzüge an. Die Bizepse ragten mit jedem Stoß heraus. Ich wusste, dass wir am Strand waren. Aber mussten wir so viel muskulöse, nackte Haut sehen? Seufz. Ich lehnte mich über das Holzgeländer, bückte mich nach unten und versuchte, Brodi zu erspähen. Ich dachte auch darüber nach, einen der anderen Jungs um den Gefallen zu bitten, aber Brodi schien deren Anführer zu sein, da es ja das Haus seines Onkels war und alles. Mit jedem Schritt, den ich die Treppe runter machte, spürte ich ein bestimmtes Zittern meinen Magen wie pochende Gischt aufwühlen. Ich konnte nicht bestreiten, dass ich aufgeregt war, Brody wiederzusehen. Wie auch immer. Es war ja kein Verbrechen, sich zu einem heißen Typen hingezogen zu fühlen. Ich würde bestimmt nicht auf meine nervigen Gefühle reagieren. Als ich zur letzten Stufe kam, zog ich meine Stöckelschuhe aus, ehe ich meine Füße in den kalten Sand tauchte. In der Sekunde, als die Sandkörner meine Füße rubbelten, seufzte ich, hochbeglückt über das bekannte Gefühl. Ich hatte meine Kleinstadt Blue Moon Bay schon immer geliebt. Wann war das letzte Mal gewesen, dass ich einfach an den Strand gekommen war, um den Sand und die Wellen zu genießen? Um mit Freunden abzuhängen? Ich konnte mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Gerade als ich mich fragte, ob Brody denn überhaupt hier unten am Strand war, erkannte ich ihn, wie er mit dem Gesicht nach unten auf seinem Surfbrett im Wasser lag. Wassertropfen glitzerten auf seinen Armen, während er angestrengt paddelte. Eine große Welle schlich sich hinter ihm an. Sekunden später tauchte er auf seinem Surfbrett auf und schnappte die Welle. Er balancierte mühelos, als sei Surfen keine große Sache, wohingegen ich sicherlich nach hinten gefallen wäre. Ich schritt näher heran, schaute zu, fast bezaubert von seinem Können seine haare waren nach hinten gestrichen und entblößten sein gesicht, auf dem ein ausdruck purer freude lag. der schwarze neoprenanzug, den er trug, schmiegte sich an seine muskulöse brust und seine starken oberschenkel. als er von seinem brett ins seichte wasser stieg, hob er das bunte brett mit einer hand an und klemmte es sich unter den arm. das meerwasser lief an ihm herunter und ließ ihn wie ein model aus der werbung aussehen. Wenn er tatsächlich in der Werbung wäre, würde ich mir tonnenweise Sonnencreme kaufen. Er erspähte mich genau in dem Moment, in dem er sein Brett in den Sand steckte, und setzte einen vorgespielt schockierten Gesichtsausdruck auf, ehe dieser in ein breites Grinsen überging. Ich zwang mein Grinsen dazu, professionell auszusehen, aber meine Wangenmuskeln verkrampften sich trotzdem. Dann joggte er zu mir rüber. Oh! Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich darf in meinem eigenen Urlaub nicht surfen, richtig, er glitt mit seiner Hand durch seine glatten Haare. Ich erschauerte beim Gedanken an unseren letzten Austausch. Aber die Dinge standen jetzt anders. Dieses Mal wollte Greta mich hier haben, geschäftlich, und wenn ich mit Brody redete, würde ich nicht gefeuert werden. Eigentlich ganz im Gegenteil. Ich zwang mich zu einem peinlich berührten Lächeln und trat gegen einen Klumpen Sand. Ich schätze mal, ich bin gestern ziemlich rechthaberisch rübergekommen. Das tut mir wirklich leid. Ich stehe wegen der Arbeit ziemlich unter Stress und das ist ja nicht dein Problem. Offensichtlich. Also nochmal, es tut mir leid. Entschuldigung angenommen, sagte er und schälte dann den oberen Teil seines nassen Anzugs von seinem Körper, seine funkelnden Brustmuskeln entblößend. Mein Mund wurde trocken und ich gaffte ihn an. Er ertappte mich und sein Grinsen wurde noch breiter. Gibst du mir bitte das Handtuch dort? Ich griff nach dem Handtuch und schaute weiter zu, wie er sich abtrocknete. Noch nie zuvor war ich auf ein Frotteehandtuch neidisch gewesen, aber o oh Mann wie gerne wäre ich das Material gewesen. Bei einem Versuch, mit ihm wieder auf eine freundlichere Schiene zu kommen, fragte ich, wie lange surfst du schon? Er fuhr mit dem Handtuch über sein Gesicht und sah zu mir rüber. Seit ich fünf war, mehr oder weniger. Sobald ich schwimmen konnte, brachte mein Onkel mir auch das Surfen bei. Surfst du? Was, ich? Oh, nein. Nein. Das tue ich nicht, ich schaute zu den Wellen, die sich in den Strand hineinkringelten, und spürte solch eine Sehnsucht und solch einen Schrecken, dass ich seufzen musste. Aber ich würde es gerne irgendwann mal lernen. Du könntest mich wahrscheinlich davon überzeugen, es dir beizubringen, bot er an. Ach ja, murmelte ich und stellte mir all die amüsanten Weisen vor, auf die ich ihn überzeugen könnte. Er war ja sowas von kokett und offensichtlich war er zu allen Frauen so. Gut, dass ich bodenständige, seriöse Männer bevorzugte, andernfalls könnte ich mich in Schwierigkeiten bringen, wenn ich keine Vorsicht walten lassen würde. Wir standen am Strand und starrten uns viel zu lange an. Sogar lange genug, dass einer von Brodis Freunden nach ihm pfiff und mich wieder zurück in die Realität holte. Oh, stimmt ja. Ich war hergekommen, um einen Job für Greta zu erledigen, und ich musste konzentriert bleiben. Ich leckte meine Lippen, fühlte mich nervös. Hör zu, ich muss dich etwas fragen. Na klar, antwortete er und warf sich das Handtuch über eine Schulter. Ich bin ganz ohr, aber ich muss das Salz von meinem Brett abwaschen. Wieso kommst du nicht mit? Ich nickte. Beobachtete die Art und Weise, wie seine Muskeln sich riffelten, als er das Brett wieder aus dem Sand holte. Greta würde meinen Kopf auf einem Tablett servieren, wenn sie wüsste, was mir in dem Moment durch ihn geschossen war. Ihn berühren. Den salzigen Geruch mit meinem Mund einatmen und die Tröpfchen schmecken, die sich seinen Nacken hinunterschlängelten. Ich schürzte meine Lippen, um einen befreienden Hauch auszuatmen. Ich versuchte, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren und folgte Brody zu einem spanischen Kolonialgebäude am Fuße der Steilküste mit einem gefliesten Innenhof und einer Außendusche. Ich schaute durch die Fenstertüren. Gourmetkeche. Vornehmer Wohnbereich mit einem eingebauten großen Flachbildschirm und wahrscheinlich noch mehr. Verblüffend, wie so manche Menschen lebten, während ich es kaum von Gehalt zu Gehalt schaffte. Ich hatte gehört, dass Scotty's Fischrestaurant hier in Blue Moon Bay nur eines von einem Dutzend Restaurants war, dies ihm gehörten, und es sah aus, als liefe das Geschäft wirklich gut. Wow, sagte ich und lehnte mich an die Wand. Eine Dusche für dein Brett. Und bon denn? Brody musste kichern und ich drehte mich um, um den Hitzeandrang zu verstecken, der mein Gesicht überflutete. Offensichtlich hatten wohlhabendere Gemeinschaften auch gehobenere Einrichtungen. Die Tatsache, dass ich das bemerkt und auch kommentiert hatte, bewirkte, dass ich mich irgendwie fehl am Platz fühlte. Aber das hielt mich nicht von meiner Aufgabe ab. Ich wollte mit dir reden. Na, dich eigentlich fragen. Ist schon in Ordnung, er drehte die Dusche auf, das Wasser platschte gegen sein Brett. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich Nein sage. Ja, genau, ich räusperte mich, schloss meine Hände ineinander und dachte daran, wie ich ihn abgewiesen hatte, schritt aber trotzdem auf ihn zu. Ich bin hier, um dir die Gelegenheit deines Lebens anzubieten. Er machte ein zischendes Geräusch. Wenn das die Einleitung ist, dann ist es sicher was Gutes, sagte er und lächelte, als er sein Brett umdrehte, um die Rückseite zu waschen. Ich bemerkte ein kleines Grübchen auf seiner rechten Wange, das ihn einfach zu hinreißend aussehen ließ. Ich würde gerne dich und all deine Kumpels einladen, euch uns bei einem Angelausflug heute anzuschließen. Wir haben auch andere tolle Aktivitäten geplant. Alle Unkosten sind gedeckt geplante Aktivitäten, sein Lächeln verflog und der Knebel der Dusche quietschte, als er sie ausmachte. Tut mir leid, nein. Wir sind an keinen Ausflügen interessiert. Wir sind nur hier, um miteinander abzuhängen. Mein Magen zog sich zusammen. Ach, komm schon, sagte ich und zwang mein Lächeln, an Ort und Stelle zu bleiben, als ich in Richtung der Bucht zeigte. Acht Singelfrauen auf einem Boot und ein Abendessen mit Fisch, sollten wir was fangen. Wie könnt ihr Jungs euch das entgehen lassen? Seine dunklen Augenbrauen trafen sich in der Mitte. Einige der Jungs sind verheiratet und niemand von uns ist hier, um mit irgendwem anzubandeln. Sagt das mal einer zu seinem Freund, der mit Amy geflirtet hatte. Natürlich nicht, sagte ich und kam schnell wieder zu mir. Aber dann schoss mir der Gedanke in den Kopf, dass es keine Rolle spielte, ob die Jungs Singles waren oder nicht. Es geht hier nicht ums Anbandeln. Es geht darum, Freundschaften zu knüpfen und sie zu vertiefen. Wir hätten wirklich gern ein paar mehr Leute auf der Party. Völlig harmlos. Außerdem hast du behauptet, dass du Zeit mit mir verbringen möchtest. Wie kannst du also auf so einen Anreiz verzichten? Sein Grinsen war wieder da. Wer hat denn jetzt das große Ego? Was lässt dich annehmen, dass ich immer noch interessiert bin? Mein Gesicht wurde heftig heiß. Na ja, ich meine, ich Wenn die anderen Jungs Lust haben, sich euch anzuschließen, dann machen wir bei ein paar von euren Sachen mit. Er stellte sein Brett ab und kam näher an mich ran. Ich werde sie mal für dich fragen. In meinem Kopf drehte sich alles von dem überraschenden Sieg. Auch war er mir gerade so nahe gekommen, dass sein Oberschenkel meinen streifte, was mich sowohl in Spannung als auch in Wut versetzte. Ich schluckte. Dann ist es beschlossen. Er nickte, seine blauen Augen verdunkelten sich. Wie wäre es jetzt mit dem Abendessen mit mir? Mein Bauch tanzte auch wenn er offensichtlich nur auf etwas Spaß aus war, wollte ich ja sagen. Greta's Buch schoss mir aber durch den Kopf und erinnerte mich daran, dass ich eine unabhängige Frau war, die der Versuchung widerstehen und es alleine schaffen konnte. Trotzdem wollte ich ihn nicht direkt abweisen, nachdem er mir soeben ausgeholfen hatte. Noch nicht, sagte ich und hoffte, dass mein Lächeln neckisch war. Aber wir werden sehen, fügte ich hinzu und sah dann aus dem Augenwinkel jemanden von der Treppe aus auf uns zukommen. Eine sportliche Blondine in einem Bikini joggte zu uns und ich machte mir Sorgen, sie würde dabei ihr Bikinioberteil verlieren. Ihr Blick streifte mich einmal, dann drehte sie sich um und fokussierte sich auf Brody. Die Snacks stehen im Haus bereit. Hast du Hunger, Hübscher? Ich sah zu, wie Brody's Blick meinen aufschnappte. Er öffnete seinen Mund. Sei bitte um halb elf an unserem Steg, sagte ich, während Irritation durch mich rollte. Ich wusste, dass er nur auf Spaß aus war, aber ich wusste nicht, dass er bereits eine andere Frau bei sich zu Hause hatte. Dem Himmel sei Dank hatte ich seine Einladung nicht angenommen. Greta und ich sind dankbar für deine Kooperation. Mit einem schwachen Lächeln in Richtung der anderen Frau drehte ich mich um und eilte die Treppe hinauf und kämpfte bei jedem Schritt damit, nicht zurückzuschauen und Brody mit seiner wunderschönen Blondine zu sehen. Sportlich und perfekt, sie erinnerte mich an die Ex von Hunter, wegen der er mich sitzen gelassen hatte. Es hätte mir nichts ausmachen sollen, dass Brody jemand anderen datete, da wir ja nicht zusammen waren. Aber aus irgendeinem komischen Grund traf es mich, dass er Spaß mit einer anderen Frau hatte. Kapitel 6 Greta und ich hatten schon die Gäste am Steg versammelt, als ein Haufen Jungs aus Brodies Haus ankam, zusammen mit Brody selbst. Amy und Aaron sahen beschwingt aus, während einige der anderen Frauen mir fragende Blicke zuwarfen. Charlie verschränkte ihre Arme über der Brust und schritt so weit zurück, dass ich dachte, sie könnte vom Steg ins Wasser fallen. Janine rückte ganz nah an mich heran. Was ist los? flüsterte sie. Heiße Versuchungen, antwortete ich, während sich ihr verwirrter Ausdruck in einen verständnisvollen verwandelte. Frauen müssen stark und unabhängig sein, auch wenn Männer um sie herum sind. Heiße Männer, korrigierte Janine und schubste mich mit dem Ellbogen an. Brody stellte seine Freunde vor und Aaron zeigte gleiche Interesse an einem Typen namens Jasper, der sie mit Geschichten über seine frühere Erfahrung bei Angelausflügen unterhielt. Ich wäre beinahe im Stehen eingeschlafen. Brody und ich standen in Stille nebeneinander, während wir dem Kapitän beim Überfliegen von irgendwelchen Papieren mit Greta zusahen. Anscheinend hatte sie Besorgnis um die Sicherheit, was ich auch verstand, da ich auch mal einen Unfall hatte, bei dem ich beinahe ertrunken wäre. Brody drehte sich zu mir. Freust du dich aufs Angeln? Ich schüttelte leicht den Kopf. Nicht wirklich, gab ich zu. Ich war hier nie zuvor. Aber ich bevorzuge es generell, mir meinen Fisch aus einer Speisekarte zu bestellen. Er kicherte. Keine Sorge. Du wirst toll sein. Ich bringe dir alles bei, was ich weiß. Ja, das hat er zu Fräulein Bikini Blondine mit Sicherheit auch gesagt. Ich lehnte es ab, weiterhin auf sein Gefierte einzugehen und sah mir stattdessen das Boot an. Es war groß, blau und weiß und sah mehr aus wie eine Yacht als ein Angelboot. Es hieß Miss Independent in eleganter kursiver Schrift. Der Kapitän und Greta kamen zurück und er kicherte, als Isabel ihn fragte, wieso er sein Boot so genannt hatte. Er drückte den Schirm seiner Mütze etwas runter und sagte, ich habe dieses Boot für meine Tochter gekauft, als sie geheiratet hat. Ich wollte sie nur daran erinnern, dass sie immer ihr eigener Mensch sein wird. Sie borgt es mir manchmal für Gruppenausflüge, so wie heute. Das ist erstklassig, sagte Isabel und der Kapitän zeigte uns die luxuriöse Lounge unter Deck. Kann ich nicht die ganze Zeit nur hier unten bleiben? Ich bin hin und hergerissen, sagte eine Frau namens Sophia. Ich liebe es unter Deck, aber ich will ein bisschen an meiner Bräune arbeiten und heute ist es perfekt sonnig. Was soll ich tun? Meine Damen, wir alle werden lernen, wie man angelt. Ich schenkte Ihnen mein bestes Kreuzfahrtdirektor lächeln und einige von Ihnen rümpften ihre Nasen in meine Richtung. Unabhängig zu sein bedeutet, dass wir uns für unser Essen auf niemanden verlassen müssen. Wir lernen heute einige nützliche Fertigkeiten. Ich bin Vegetarierin, sagte eine Frau namens Gretchen. Kann ich nicht nur das Fangen und Freilassen üben? Ich erinnerte mich an Gretchens Vorliebe, die sie nannte, als sie sich eingetragen hatte. Mach ruhig, womit auch immer du dich wohlfühlst, und unten in der Lounge stehen vegetarische Snacks bereit. Ich bin definitiv dafür, unabhängiger zu werden, sagte Charlie und schaute sich auf dem Boot um. Als sie meinen Blick fing, lächelte ich sie dankend an und sie nickte. Ich schließe mich dir an, Charlie, sagte Sylvie, ihre Zimmergenossin. Sie stellte sich neben Charlie und friemelte an der Angel herum. Es macht Spaß, sagte Meredith, ihren Arm bei Gretchen einhackend. Wartet nur, bis ihr euren ersten Fang macht. Ihr werdet euch wie die Königinnen der Welt fühlen. Das bezweifle ich, sagte Sophia launisch. Ich tendierte dazu, ihr recht zu geben. Es bedeutete mir nichts, einen Fisch zu fangen, aber wenn Greta dachte, Angeln wäre der Weg in Richtung mehr Unabhängigkeit, dann musste sie es ja wissen. Lasst uns gehen, sagte ich, als der Kapitän uns an Deck willkommen hieß. Der Kapitän schüttelte Brody die Hand, dessen Freunde begannen, dem Kapitän dabei zu helfen, die Ausrüstung aufzuladen und alles startklar zu machen. Meredith war bereits dabei, Köder an ihren Haken zu machen. Sie hatte ein sonnengebräuntes Äußeres, so wie jemand, der viel Zeit draußen verbrachte. Wir hatten noch nicht die Gelegenheit gehabt, viel miteinander zu sprechen, aber ich hatte den Eindruck, dass sie schon ziemlich selbst, ich war. Ich fragte mich, was denn die Motivation von jeder Einzelnen war, diesen Rückzugstrip zu machen. Zusätzlich zu meinem Geschäft konnte ich es nicht abwarten, so selbstbewusst und unabhängig wie Greta zu werden. Das war meine Gelegenheit, um sie zu beeindrucken, nicht nur mit meinen herausragenden organisatorischen Fähigkeiten, sondern auch mit meiner Hingabe, ihrer Philosophie zu folgen, unabhängig zu sein. Um das zu tun, würde ich angeln lernen. Igit. Okay, allerseits, der Kapitän wird erklären, was für eine Art Angeln wir heute machen werden, rief ich und klatschte mit den Händen, um die Aufmerksamkeit der Gruppe auf mich zu ziehen. Der Kapitän nickte kurz in meine Richtung. Heute werden wir Schleppangeln. Was, stöhne Silvi. Ich dachte, wir würden Hochseeangeln. Der Kapitän kicherte. Schleppangeln macht mehr Spaß. Haltet eure Köder nahe der Wasseroberfläche. Ich fahre das Boot in einer langsamen, geraden Linie. Wenn ihr spürt, dass etwas angebissen hat, halte ich das Boot an und wir werden versuchen, den Fisch aus dem Wasser zu ziehen. Ihr werdet kämpfen müssen, um ihn herauszuholen, aber das ist Teil der Spannung, erhob seine struppigen Augenbrauen. Aaron machte eine Siegergeste und drehte sich zu dem Typen, der ihr am nächsten stand. Sie schlugen ein. Aber dann lenkte Aaron ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Köder und die Linie. Ich sah zu Greta und bemerkte ein billigendes Lächeln auf ihrem Gesicht. Sogar Aaron widerstand der Versuchung. Ihr seht gut aus, meine Damen, rief Greta und zog dabei den Gürtel ihres blau-weiß gestreiften Sweeters enger. Ich nahm mir eine Angel und beäugte den Angelkasten auf dem Deck mit zusammengekniffenen Augen. Was sollte ich denn damit tun? Du musst zuerst den Deckel aufmachen. Brody stand plötzlich neben mir und legte seine Hand auf mein Kreuz. Ich schreckte bei seiner Berührung auf. Lass bitte Greta nicht sehen, dass du das machst. Er schaute über seine Schulter und grinste. Stimmt. Du bist hier, um zu beweisen, dass du alles ohne Männer schaffst, auch wenn du uns heute hierher eingeladen hast. Das ist nicht ganz so, sagte ich. Wir sind hier, um zu beweisen, dass wir stark genug sind, um attraktiven Männern wie euch zu widerstehen, weil wir unsere eigenen Wege im Leben lenken. Du denkst, ich bin attraktiv, was? fragte er grinsend. Du bist unmöglich. Ich bin bereits eine unabhängige Frau. Ich versuche nur, mein Geschäft auf die Beine zu stellen, sagte ich und bückte mich, um den Angelkasten zu öffnen. Der Geruch von rohem Fisch traf mich wie eine Welle, ein überraschend fischigerer Geruch als in der Fischabteilung im The Market. Ich musste würgen und meine Augen tränten. Schnell richtete ich mich auf. Ich atmete durch den Mund und hoffte, dass ich mich nicht würde übergeben müssen. Kann ich dir helfen? fragte er und drückte seine Hand gegen mein Kreuz, dann jedoch nahm er sie so schnell wieder weg, als stünde ich in Flammen. Keine Sorge, ich habe es gecheckt, Greta schaut nicht. Ich hol dir eine Sardine. Ich erstickte ein Lachen. Toll. Wie geht? Das stinkt wie die Pest. Gib mir deinen Haken, er hob meine Hand. Also, nur damit es klar ist, ich muss deine Hand berühren, während ich dir beibringe, wie du den Haken beköderst, aber ich mag es nicht. Ich bin ein unabhängiger Mann, weißt du? Ich kicherte, ich konnte nicht anders. Er hatte einen anständigen Sinn für Humor. Ehe ich meine Angel über die Bootsseite auswarf, schaute ich über die Schulter und sah, wie Greta in meine Richtung schaute. Plötzlich überkam mich Panik. Ich hoffte, sie dachte nicht, dass es mir gefiel, in Brodis Nähe zu sein, denn das tat es nicht. Nicht so sehr. Das Boot kruiste langsam umher und ich schaute, wie meine Angelschnur im Wasser wippte. Ich war wie hypnotisiert und meine geschäftlichen Pflichten waren schon bald in Vergessenheit geraten. Brody stand neben mir. Sein Arm streifte meinen und sendete Signale der Versuchung meinen Arm herunter. Dateten er und die Blondine? Nicht, dass es mich etwas anging. Sie nannte ihn aber hübscher konnte ich mich selbst nicht einfach den Moment genießen lassen. Plötzlich ein Freudenschrei und Sylvie rief: "Ich hab einen." Wir alle drehten uns um, um sie zu sehen, und das Boot verlangsamte. Sie torkelte und zerrte. Schließlich zog sie einen großen Fisch über den Bootsrand. Der hin und her rutschende Fisch fiel aufs Deck. Als sie sich neben das etwas kniete, was wie ein Lachs aussah, sprachen ihr viele der Frauen schon Glückwünsche aus. Greta sah aus, als hätte sie etwas Saures geschluckt. Ich brauche eine Erfrischung, verkündete sie, genau in dem Moment, als ich aus dem Augenwinkel Amy die Treppe hinuntergehen sah, Hand in Hand mit einem von Brodis Kumpels. Ich schluchzte von all der mit Ködergeruch gefüllten Luft, die ich einatmete. Wir können Greta nicht darunter gehen lassen, ich griff Brodi's Arm und drückte ihn. Wenn sie es tut, dann sieht sie Amy mit deinem Freund und dann bin ich meinen Job sicherlich los. Bin dran, sagte Brody, schnappte sich unsere Angeln und stellte sie an die Seite des Boots. Geh und unterbrich sie. Ich sah, wie er in Luftlinie zu Greta sprintete. Auch wenn ich nicht hören konnte, was er sagte, sah ich, wie sie ihren Kopf nach hinten warf und lachte. Mann, er war gut. Ich konnte nicht anders, als mich zu fragen, was er wohl gesagt hatte, als ich die Treppe runter zur Lounge eilte. Amy knutschte mit demselben Typen, mit dem sie gestern geflirtet hatte. Sobald sie meine Schritte gehört hatten, ließen sie voneinander ab wie schuldige Teenager. Ich habe Piet nur gezeigt, wo das Bad ist, redete sich Amy lahm heraus. Ich fahre voll auf diese von deinen eigenen Fischsache ab. Ich schwöre. Ich hob meinen Zeigefinger hoch und rollte mit ihm in Richtung der Treppe. Vielleicht solltest du Pete dann ins Bad gehen lassen und du gehst zurück ans Deck. Ich war erleichtert darüber, eine Krise vermieden zu haben, und ging zurück zu meiner Angel. Brody schloss sich mir einige Minuten später an. Deine Chefin ist zuckersüß. Keine Ahnung, weswegen du so besorgt bist, sagte er mit einem Grinsen. Danke für deine Hilfe, ich lächelte dankbar und wir verfielen ins Schweigen, während wir unseren Schnüren im leichten Sog beim Taumeln zusahen. Während der nächsten paar Stunden hatten noch mehrere Leute Fische gefangen, meistens Lachs, aber ich war mir immer noch unsicher, ob bei mir ein Fisch anbeißen würde, bis etwas an meiner Schnur zerrte. Ich hab was, ich schluckte. Meine Arme brannten von dem Kampf mit dem Etwas, das sich an meiner Schnur festgehakt hatte. Sie begannen zu zittern und meine Muskeln taten weh. Ich wagte es nicht aufzugeben, solange Greta zusah. Ich durfte nicht scheitern und musste beweisen, dass ich stark und zu allem in der Lage war, aber der Fisch schien zu gewinnen. Brodis Körper presste sich von hinten an meinen und er schlug seine Arme um meine Taille. Du musst das nicht alleine machen. Ich musste schlucken. Unterstützung zu haben, träufelte mir eine Welle der Hitze in meine Brust ein. Wir zogen gemeinsam. Plötzlich war ein glitschiger Fisch in meinen Händen und er zitterte. Brody half mir dabei, ihn vom Haken zu nehmen, und als er ihn vor mich hinhielt, spürte ich einen Andrang von Hoffnung und Stolz. Ich hatte das gefangen. Wow. Ein Adrenalinrausch raste durch mich hindurch, zusammen mit etwas anderem, Anerkennung für Brodi. Herzlichen Glückwunsch, seine Hand war wieder auf meinem Kreuz, als er nach unten griff, um den Fisch an seinen Kiemen zu packen. Ich stelle mal diese Schönheit für dich in den Kühler. Nein, warte, ich schaute hinaus auf das Meereswasser und ging dann wieder zu Brodi zurück. Lass ihn uns wieder ins Wasser werfen, ist das in Ordnung? Er zuckte mit den Achseln und hielt meinen Blick einige Momente lang fest. Was immer sie auch glücklich macht, hübsche Dame. Sei frei, Fischlein. Ich lehnte mich über das Geländer und sah dem Fisch dabei zu, wie er wieder ins tiefe blaue Wasser fiel und wegschwamm. Es war gut zu wissen, dass ich einen Fisch fangen konnte, aber auch, dass ich mich dazu entscheiden konnte, ihn freizulassen. Als wir wieder am Steg ankamen, hätte das Lächeln auf Greta's Gesicht einige Staaten mit Elektrizität versorgen können. Gut gemacht, sagte sie zu mir, als wir ausstiegen. Die Damen schienen ihre Aktivitäten genossen zu haben, während sie gleichzeitig der Versuchung widerstanden haben. Der perfekte Tag. Als jeder seinen eigenen Weg ging, bedankte sich Brody bei mir für den Bootsausflug und ich bedankte mich bei ihm dafür, dass er mir geholfen hatte meinen Fisch an Land zu ziehen und meinen Fang dann wieder freizulassen, ohne Proteste darüber, dass er sich eine große Medaille entgehen ließ. Ich ließ meinen Blick auf seiner verschwindenden Gestalt verweilen, immer noch in der Lage, seine Hand auf meinem Kreuz zu spüren, seine Arme um meine Taille und seinen Körper, der sich gegen meinen presste. Hatte Brodi Fräulein Bikini Blondine gedatet? Ich sagte mir selbst, dass es mir egal war. Das ihn zu mögen, zu etwas Desaströsem führen würde. Nicht nur bezüglich meines Jobs, sondern auch bezüglich meines Herzens. Kapitel 7 Am nächsten Tag stand ich auf der Eingangsstufe zur Villa und klatschte in die Hände. Alle acht Frauen schauten mich erwartungsvoll an. Die Stretchlimo fuhr die Auffahrt hinter ihnen vor und wartete darauf, uns zum nächsten Event zu fahren. Trotz der freudigen, blauwolkigen, mit Sonne durchschimmernden Perfektion des Tages, brach ich angesichts der Freudenschreie unserer Nachbarn in kaltem Schweiß aus. Nach dem fast Desaster beim Angelausflug, der glücklicherweise vermieden werden konnte, war ich froh darüber, dass die Aktivität heute morgen solo stattfinden würde. Jetzt hatte ich Zeit, mich vorzubereiten, ehe ich Brody beim nächsten Gruppenevent sah. Ich durchbohrte jede der Frauen mit meinem Blick und hob meinen Finger wie ihr wisst, ist Phase 1 von Greta's brillantem Plan, eine unabhängige Frau zu werden, sich selbst zu lieben, sagte ich mit meiner Cheerleader-Stimme. Greta stand neben mir, sie trug ein goldenes Seidentop mit beigefarbenen Leggings, als wir zur Gruppe sprachen. Heute wenden wir also das Prinzip aus Kapitel 5 an: verwöhn dich, du bist es wert, indem wir in das Blue Moon Day Spa gehen. Murmelnder Zuspruch folgte, brachte mich zum Lächeln und ich verdiente mir ein Schulterklopfen von Greta. Treffer. Setzt euch bitte in die Limo und wir machen uns auf den Weg, ich atmete durch, nachdem auch die letzte Person eingestiegen war, dann glitt ich auf den luxuriösen Ledersitz neben Greta und mein Magen knurrte. Ich war den ganzen Morgen viel zu beschäftigt gewesen und hatte deswegen nicht gefrühstückt. Also öffnete ich meine Tasche, dankbar. Dass ich immer einen Müsliriegel für Notfälle bei mir hatte. Ich hatte auch meine gebundene Ausgabe von Männer, wer braucht die schon? eingepackt, da ich dringenden Bedarf zum wiederholten Lesen hatte. Heute Morgen erst war ich aus einem delikaten Traum über Brodi aufgewacht. Schon wieder. Geht es dir gut? fragte Greta. Du siehst mitgenommen aus, Liebes. Es geht mir gut, ich zwang mich zu einem Lächeln. Freue mich nur auf das Verwöhnprogramm, ach nee. Ich hörte mich an, als würde mir jemand die Windeln wechseln. Was stimmte nicht mit mir? Ich hatte noch nie so für einen Typen geschwärmt. Nicht einmal für Hunter. Ehrlich gesagt, hatte ich die Dinge mit Hunter langsam angehen lassen, bis er über unsere gemeinsame Zukunft zu sprechen begann und über eine hinreißende kleine Hütte mit Aussicht auf die Bucht mit einem weißen Lattenzaun. Dann zog er mir den Teppich unter den Füßen weg, machte das kleine, nette Szenario zunichte, nur, weil ich mich sehr auf meine Arbeit konzentrieren musste. Dem Himmel sei Dank war ich wieder Single und musste mich nicht darum sorgen, dass ich von einem Mann abgelenkt werden würde. Nur, dass ich hier jetzt angespannt war. Wenn ich doch nur diese Träume von Brody unterdrücken könnte. Schau, rief Amy: Da ist ein Schloss. Das Blue Moon Day Spa befand sich am Stadtrand, so dass die Fahrt ziemlich kurz war. Das Spa lag in einem Schloss, das davor im Besitz eines erfolgreichen einheimischen Winzers war, der schließlich in die Klippen gezogen war und das Schloss an seine Tochter weitergegeben hat. Sie eröffnete das Spa. Einheimisches Gestein zierte die Vorderseite des Gebäudes und verlieh ihm so ein gotisch anmutendes Aussehen. Die Türmchen hatten kleine blaue Flaggen die in der Brise wehten, geschmückt mit dem Logo des Spaß. Ich atmete aus beim Gedanken daran, in meinem Leben etwas so Solides zu finden, wie etwa die Eventplanerin des date zu sein, wenn Greta mich dessen würdig fand. Die Damen schauten die Vorderseite der Burg hoch, mit einer Mischung aus großen Augen und Oh, lauten. Manche hüpften sogar von ihren Ledersitzen auf. Alle schienen beim Anblick völlig aus dem Häuschen zu sein, außer Charlie und Sylvie, die Einheimische waren und das Schloss offensichtlich schon viele Male gesehen hatten. Es zerriss mir das Herz, als ich die Langeweile auf Charlies Gesicht studierte. Oder vielleicht war sie nur traurig. Ich vermisste meine alte Freundin, die ich mal wie ein offenes Buch hatte lesen können. Diese Frau war nichts mehr von dem munteren Mädchen, das ich in der Hicksschule kannte. Das so lebensfroh war. Aber wo war denn die Lebensfreude hin? Hatte sie wegen der schlimmen Trennung vollkommen die Freude an Dingen verloren? Oder saß diese Freude vielleicht immer noch unter der Oberfläche und wartete darauf, dass jemand wieder das glückliche Mädchen hervorlockte, das ich lachend und fröhlich in Erinnerung hatte? Da sind wir, trällerte ich, zwang all die Gedanken aus meinem Kopf heraus. Weil Greta darauf bestanden hatte, waren Janine und ich bei jedem der Events dabei. Eine Eventplanerin zu sein, bedeutete auch zu wissen, was mein Client sich wünschte und das auch umzusetzen, aber ich fand, dass die Linie zwischen meinem Job als Koordinatorin für den Rückzugstrip und Teilnehmerin immer mehr verblasste. Die Frauen plauderten, während wir hineingingen, um Einzuchecken, und den subtilen Berührungen und dem Gelächter entnahm ich, dass sie sich alle schnell miteinander anfreundeten. Bevor wir losgefahren waren, hatte jede Frau sich die Aktivitäten für den Tag und eine Partnerin dafür ausgesucht. Ich stellte sicher, dass alle ihre Partnerin hatten, bevor ich mich zu meiner ersten Aktivität für den Tag aufmachte, eine Stunde Fußmassage und ein Bad in heißem Tee. Ich machte es mir auf dem Stuhl bequem, seufzte zufrieden und Charlie setzte sich neben mich. Als ich ihren Namen beim Ziehen für die heutige Partnerin bekommen hatte, spürte ich einen Stoß von Aufregung durch mich hindurchfließen, wenn ich daran dachte, dass ich Zeit mit meiner alten Freundin verbringen würde. Vielleicht würde ich dieses Mal ja nicht in ein Fettnäpfchen treten. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass ich sie Frau Roswell genannt hatte. Oh, wie peinlich! Leider trug Charlie eine Grimasse auf dem Gesicht die nicht gerade schrie, lass uns plaudern, ich atmete scharf aus und versuchte, mich auf das Entspannen zu konzentrieren. Aber jedes Mal, wenn die Massagetherapeutin einen Druckpunkt auf meinem Fuß berührte, sprang ich auf, anstatt mich in den kuscheligen Stuhl zurückfallen zu lassen. Ich schaute zu Charlie, deren Augen geschlossen waren. Vielleicht sollte ich einfach mit ihr sprechen und meinen Bammel bekämpfen. Aber was, wenn sie nicht mehr mit mir befreundet sein wollte? Wollte ich es wirklich riskieren, die Wahrheit darüber zu erfahren, was sie von mir hielt? Dann erinnerte ich mich an ein Zitat aus Kapitel 2 aus Greta's Buch: Eine selbstbewusste Frau hat keine Angst vor Zurückweisung. Ich atmete tief durch. Also, Charlie, sagte ich, fühlte mich dankbar, sie wie eine normale Person mit ihrem Vornamen angesprochen zu haben. Wie lebte sich die Tage? Charlies Blick schoss zu den zwei Massagetherapeutinnen, die unsere Füße massierten. Na ja, es läuft, weißt du, antwortete sie mit einem Blick, den ich nicht deuten konnte. Toll! Das ist doch einfach toll, sagte ich und fühlte mich dumm, weil sie mir nicht einmal gesagt hatte, wo sie wohnte. Was war denn da so toll? Lahm, einfach nur lahm. Ähm. Bist du immer noch in Kontakt mit Leuten aus der Higgs-Schule? sagte ich, es mit einer anderen Taktik versuchend. Sie schüttelte langsam ihren Kopf. Nicht wirklich. Du? Nur mit Megan, antwortete ich automatisch. Eigentlich auch mit Wendy. Sie ist zurück in die Stadt gezogen, als ihre Oma gestorben ist und ihr das Hotel vermacht hat, also haben wir den Kontakt wieder aufgenommen. Sie sollte das in Verkaufen, aber dann hat sie diesen Typen gefunden und einen Weg, wie sie die Bedingungen im Testament umgehen konnte. Ich hielt inne, schloss meine Augen. Klapperte ich da nur etwa was daher? Wie dem auch sei, Sie und ihr Bruder haben das in behalten und alles hat gut funktioniert. Und ihr Freund Max ist einfach nur umwerfend. Einer von den echten Männern. Sie zuckte zusammen. Das, freut mich für Sie, Ihr Gesichtsausdruck war schmerzvoll und ich konnte mich nur fragen, was mich denn dazu getrieben hatte, von einem tollen Mann vorzuschwärmen, wenn Charlie doch von einem Rockstar betrogen und öffentlich sitzen gelassen worden war. Ich verfiel wieder in Schweigen, wusste, dass eben dieses sicherlich besser war als irgendetwas, was aus meinem Mund kommen könnte. Außerdem wollte ich mich entspannen und ich wollte auch, dass Charlie sich entspannte. Der einzige Weg, um das zu erreichen, war zu schweigen. Und wie aufs Stichwort vibrierte mein Handy in meiner Tasche. Verwundert setzte ich mich aufrecht hin, nahm meine Tasche und fummelte an dem Handy herum, um das Geräusch abzustellen. Bevor ich das aber konnte, sah ich den Namen meines Vaters auf dem Bildschirm. Er machte so eine schwere Zeit durch, seit meine Mutter ihn wegen ihres alten Schulschwarms verlassen hatte. So dass ich ihn wirklich nicht auf die Mailbox sprechen lassen konnte die Massagetherapeutin blickte zwar finster drein, aber was sollte ich denn tun ich sah rüber zu Charlie und murmelte: tut mir leid ich muss daran gehen es ist mein Vater sie nickte nur und Lehne sich mit geschlossenen Augen zurück Auch wenn es schien als würde sie sich entspannen konnte sie doch jedes Wort, das ich sagte hören. Aber mein Vater brauchte mich jetzt mehr als je zuvor. Hallo, Papa, flüsterte ich, so leise ich konnte. Ich drehte mein Kinn hin zu meiner Schulter, im Versuch, meine Stimme so gut es ging zu dämpfen. Ich bin jetzt etwas beschäftigt. Ist alles in Ordnung? Hallo, Spatz, kam die Stimme meines Vaters laut und deutlich durch den Hörer. Wieder schaute meine Massagetherapeutin auf und zuckte zusammen. Hallo, quietschte ich. Kann ich dich zurückrufen? Er räusperte sich. Na ja, ich hasse es, dich zu stören, aber ich brauche deinen Rat. Deine Mama sagte, dass einer der Gründe, weswegen sie mich verlassen hatte, der war, dass ich ihr nie Blumen mitbrachte. Also bin ich heute Morgen mit einem herbstlichen Blumenstrauß in ihrer neuen Wohnung aufgetaucht. Du hast ihr Blumen geholt? fragte ich aber ich mochte nicht, wohin das führte. Erst vor einigen Tagen hatte mein Vater mir erzählt, dass er langsam anfing, das Ende der Ehe zu akzeptieren. Jetzt brachte er ihr Geschenke? Wieso? Na ja, weißt du, sagte er und ich konnte förmlich sehen, wie er mit den Achseln zuckte, sie hatte irgendwie recht damit, dass ich sie vernachlässigt habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal war dass ich ihr Blumen gebracht hatte. Ich hatte einfach nie daran gedacht, glaube ich. Und, was ist passiert? fragte ich und fragte mich, ob sie sich denn gefreut hatte. Er seufzte ganz tief. Dieser Typ war da, er spie das Wort aus, als würde es einen schlechten Geschmack haben. Sie sagt, sie seien nur Freunde, aber was machte er dann bei ihr zu Hause, so früh am Morgen? Spatz, was soll ich machen? Mein Herz schmerzte und meine Kehle zog sich zusammen. Ich weiß es nicht, Papa. Kannst du nicht deinen Berater um Rat fragen? Ich gehe vor Freitag nicht zu ihm, sagte er mit sanfter und niedergeschlagener Stimme. Ich vermisse sie einfach nur. Sie sagte immer, ich würde zu viel arbeiten. Vielleicht tat ich das auch. Du hast hart gearbeitet, um die Rechnungen bezahlen zu können. Das bedeutet nicht, dass sie dich hat verlassen sollen, sagte ich und wünschte mir, dass dieser schreckliche Albtraum niemals passiert wäre. Geh und tu dir was Gutes. Etwas, was dich für ein paar Stunden von ihr ablenken wird. Ich liebe dich, Papa. Wir legten auf und es gab ab dem Zeitpunkt überhaupt nichts mehr, was ich machen konnte, um zu entspannen. Mein Magen zog sich zu einem harten Knoten zusammen und Tränen verstopften meinen Hals. Die Aufregung konnte man mir wahrscheinlich am Gesicht ansehen, denn als ich wieder zu Charlie sah, schaute sie mich mitleidig an. Geht's dir gut? Ist alles klar mit deinen Eltern? fragte sie. Charlie hatte jahrelang bei mir zu Hause abgehängt und sie liebte meine Eltern. Nicht gut, sagte ich, schüttelte meinen Kopf und strich mir über die Augen. Meine Mutter hat meinen Vater verlassen und ist jetzt mit ihrem alten Freund aus der Higgs-Schule zusammen. Meine Eltern lassen sich wahrscheinlich scheiden. Sie schienen immer so glücklich zu sein. Perfektion muss man immer in Frage stellen, sagte sie schließlich. Ich kann einfach nicht glauben, dass meine Mutter das meinem Vater antun konnte, sagte ich. Sie hob ihre Schultern. Manchmal überraschen Leute einen, sagte sie, und das nicht auf eine gute Art und Weise. Es schien offensichtlich, dass sie auch über ihren Ex-Mann sprach und darüber, wie er sie betrogen hatte. Mein Herz zog sich in meiner Brust zusammen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie hart es für sie gewesen sein musste, und ich wollte etwas sagen, was sie trösten würde, doch was? Ich öffnete gerade meinen Mund und hörte den sanften Klang einer Klingel, die unsere Sitzung beendete. Charlie stand auf und zog den Gürtel ihres Bademantels eng um die Taille. Ehe sie verschwand, ertappte ich einen Ausdruck von Verzweiflung auf ihrem Gesicht. Offensichtlich hatte ich sie beunruhigt und ihren entspannenden Tag ruiniert. Mein Herz rutschte mir in die Kniekehlen, als ich begriff, dass ich in diesem Job wirklich miserabel war. Ich war dafür verantwortlich, alle glücklich zu machen, und doch sah Charlie miserabler aus als zu dem Zeitpunkt, an dem wir angekommen waren. Ich hatte es zugelassen, dass mein Privatleben den Rückzugstrip störte, was wahrscheinlich etwas war, was ich nicht hätte tun sollen. Ich schaute runter auf die offene Tasche neben mir und blickte auf mein ungeöffnetes Buch Männer, wer braucht die schon? Und seufzte. Würde ich es tatsächlich jemals hinbekommen, eine glückliche, selbstbewusste Frau wie Greta zu werden? Ich begann daran zu zweifeln. Oder gab es einen Bestandteil, der mir da entging? Etwas, das niemals aus einem Buch kommen könnte? Kapitel 8. Dankbar dafür, am nächsten Abend ein Weilchen für mich selbst zu haben, atmete ich die kalte Luft ein, die von der Bucht her blies, und ich kuschelte mich in meine Jacke. Ich stand am Ufer, stapfte auf meinen Fersen und schaute hinauf zu den Klippen, die sich in den bernsteinfarbenen Himmel erhoben. Ich mochte es, wie sich die steile Felsenwand vertikal ausstreckte und über seinen Spitzen ausladende Willen beheimatete. Bald würden die Frauen und deren Gäste von nebenan ankommen, um an der nächsten Veranstaltung teilzunehmen, also genoss ich die Einsamkeit, solange ich noch konnte. Auch wenn ich ungewolltierweise gestern Charlie runtergezogen hatte, als wir eigentlich fröhlich zueinander finden sollten, versuchte ich, die allgemeine Schwere von meinen Schultern zu nehmen die der Misserfolg der Veranstaltung verursachte hatte. Meine Konzentration musste dahingehend gelten, den Rückzugstrip voranzutreiben, all das loszulassen, was in der Vergangenheit passiert war. Das war eine der Prämissen von Gretas Buch, die ich mir dringend zu Herzen nehmen musste. Ich hobelte mir die Augen und fand es immer schwerer, an die Standards, die Greta meiner Meinung nach gesetzt hatte, heranzukommen. Die Veranstaltung von heute Abend war etwas, was Greta Unabhängigkeitsherausforderung nannte. Sie wollte, dass wir uns selbst bewiesen, dass wir auch Dinge machen konnten, die eigentlich typisch für Vollbärte waren, wie sie sie nannte. Ich hatte es verstanden. Sie wollte, dass die Frauen einsahen, dass nur weil etwas oft als typisch Männersache angesehen wurde, das nicht bedeutete, dass Frauen es nicht auch tun konnten bin nicht sogar noch besser. Ironischerweise war die Erfahrung mit dem Angeln mit Brody an meiner Seite viel befriedigender gewesen, weil er den Moment mit mir teilte. Unsere Aufgabe heute Nacht war es, ein Lagerfeuer zu machen und dabei nur Feuersteine und deren Funken zu benutzen. Wir mussten unsere eigenen Zweige aufsammeln, Strohhöfchen und Treibholz stapeln, um unsere Feuer anzuzünden. Die Jungs waren willkommen, uns dabei zu helfen, einen größeren Holzhaufen für das Lagerfeuer zu machen, solange wir aber die führende Rolle bei der Aufgabe hatten. Wenn wir es erst einmal geschafft hatten, unser Trockenholz zu entzünden, würden wir einen Stock aus dem Feuer nehmen und den großen Holzhaufen der Gruppe anzünden und dann ein riesiges Lagerfeuer machen und Marshmallows rösten. Ein Hoch auf uns! Minuten später drehte ich mich vom Ozean weg und sah Menschen die Treppe von zwei benachbarten Häusern runterlaufen, auf den Strand zu. Ich zwang mich dazu, nicht nach Brodi zu suchen, auch wenn er mir gesagt hatte, dass er heute Nacht hier sein würde. Würde er mit der Blondine aufkreuzen? Wir versammelten uns alle unten bei der Treppe und die Luft war mit Aufregung vermischt. Greta schritt nach vorn, stellte sich neben mich und richtete sich dann an die Gruppe. Sie klatschte sich in ihre in Angorawolle eingehüllten Hände. Willkommen, allerseits. Heute Nacht werden wir Spaß haben. Bevor wir unsere Leckereien zusammen mit unseren Gästen rösten, werden wir an der elementarsten aller Kreationen mitwirken. Wir erschaffen Feuer. Gut, dass wir Feuerwehrmänner hier haben, die uns für den Fall helfen können. Dass wir es vermasseln, scherzte Aaron und einige der anderen Frauen jubelten und klatschten sich die Hände ab. Meine Stirn runzelte sich. Wovon redete sie bloß? Hatten wir Gäste eingeladen, von denen ich nichts wusste? Ich war durch und durch verwirrt und behielt meinen Blick auf Greta. Olivia? fragte Greta, jede der vier Silben betonend. In ihren Augen hatte sie ein Funkeln und sie schenkte mir ein warmes Lächeln. Würdest du die Übung erklären, Liebes? Ich musste damit kämpfen, dass mir die Kinnlade nicht runterfiel. Sie wollte eigentlich das führende Wort bei dieser Veranstaltung haben, aber jetzt ließ sie mich übernehmen? Das musste ein Zeichen von Anerkennung sein, dass sie dachte, ich sei eine selbstbewusste, unabhängige Frau. Oder zumindest auf dem besten Wege, eine zu werden. Wie dem auch sei, mein Lächeln wurde breiter. Ich wollte einen Freudentanz machen. Danke, Greta, ich nickte in ihre Richtung, hielt den kleinen Gegenstand in meiner Hand hoch, konnte aber nicht aufhören, mich zu fragen, was Aaron damit gemeint hatte, dass uns die Feuerwehrmänner schon aushelfen würden. Janine wird jeder Dame Kieselsteine und Anzünder geben. Diese Seite ist der Feuerstein, sagte ich und zeigte auf die längere Seite. Und das ist der Anzünder. Wenn man sie aneinander knallt, sollte es Funken schlagen, seid also vorsichtig. Charlies Augen waren auf mich gerichtet. Ihr Gesicht war ausdruckslos, also war sie hoffentlich nicht immer noch sauer auf mich, dass ich sie gestern aufgeregt hatte, indem ich sie an den Betrug ihres Mannes erinnert hatte. Sie war zu diesem Rückzugstrip gekommen, um etwas zu finden. Was auch immer das war, ich wollte, dass sie es bekommt. Ich hoffte, sie wusste das. Ihr findet am besten etwas Zündholz, das ihr zu einem lockeren Ballen rollen könnt, sagte ich das wiedergebend, was ich aus dem Buch gelernt hatte. Ich hatte noch keine Zeit gehabt, um das auszuprobieren, aber wie schwer konnte es schon sein, ein Feuer zu machen. Zielt mit dem Feuerstein auf den Ballen und trefft ihn mit dem Anzünder mit einer Bewegung nach vorn, weg von euren Körpern. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt ruhig. Viel Glück. Die Frauen verteilten sich über den Strand, plauderten mit unseren männlichen Gästen, während sie nach Brennholz und anderen Stückchen brennbaren Material suchten. Rodis Blick traf auf meinen und er begann auf mich zuzukommen. Mein Herz pochte in meiner Brust, aber ich nickte in seine Richtung und schlug dann die entgegengesetzte Richtung hin zu Janine ein. Ich musste herausfinden, was es mit den Feuerwehrmännern auf sich hatte, ehe Greta begriff, dass ich völlig auf dem Schlauch stand. Hey, Janine, sagte ich, als ich sie eingeholt hatte. Hallo, Olivia, sagte Janine und richtete sich den roten Schal zurecht, den sie um den Hals trug. Das wird lustig, was? Wenn es heute Nacht doch nur ein bisschen wärmer wäre. Brr. Ja. Es ist kalt, ich hakte mich bei ihr ein und kümmerte mich nicht um das Wetter. Ich hatte über die Schulter geschaut, um sicher zu gehen, dass Greta nicht nah genug dran war, um mithören zu können. Du, Aaron hat erwähnt, dass heute noch Feuerwehrmänner kommen? Hast du eine Ahnung, worum es da geht? Ihre Augenbrauen zogen sich zusammen und dann bückte sie sich runter, um ein Stück Holz aufzuheben. Untersuchte das kleine graue Stückchen und umklammerte es dann mit ihrer Hand. Ich glaube, das war nur ein Spaß hinsichtlich der Jungs. Sie ist scharf auf Pete und ist vor Aufregung mehr als aus dem Häuschen, seitdem sie erfahren hat, dass er ein Feuerwehrmann ist. Die Sache mit den Helden, du weißt schon. Ich drehte meinen Kopf zu ihr. Pete ist nicht Barkeeper wie die anderen? Sie hakte sich das Stück Holz unter den Arm und legte dann ihre Stirn in Falten. Barkeeper? Hey? Ich starrte sie ungeduldig an und zeigte in Richtung der vielen Männer, die mit uns da waren. Du weißt schon, die Gruppe der Barkeeper, die uns Gesellschaft leistet. Sie machen einen gemeinsamen Trip, weil sie einen von den ihren verloren haben. Sie schaute ganz merkwürdig. Ja, in einem Feuer. Weil sie alle Feuerwehrmänner sind. Traurig, nicht? Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter und mein Magen zog sich zusammen. Rory Mitchell war ein Feuerwehrmann? Als hätte er gewusst, dass ich über ihn sprach, konnte ich seinen Blick auf mir spüren, ehe ich mich umdrehte und unsere Blicke sich trafen. Ihn fünf Meter weit entfernt von mir stehen zu sehen, ließ mich erschaudern und ich schalt mich für diese erfreute Reaktion wenn ich doch Mitgefühl hätte empfinden sollen. Wieso hatte er mir nicht gesagt, dass er Feuerwehrmann war? Spielte er irgendein Spielchen mit mir, indem er mich annehmen ließ, er wäre ein Barkeeper, wenn er gar keiner war? Ich verstand es nicht, aber dann verstand ich es doch. Er war vorsichtig. Ich wusste, wie es sich anfühlte, vorsichtig zu sein, so dass ich mich völlig in ihn hineinversetzen konnte. Ja, sehr traurig, sagte ich und fragte mich, wer denn ums Leben gekommen war und ob er Brody nahe gestanden hatte. Na ja, ich gehe mal Feuer erschaffen, spaßte ich durch meine Verwirrung. Ich ging weg von Janine, so dass ich meine Gedanken alleine verarbeiten konnte. Am Rand des Strandes hatte ich ein halbtrockenes Stück Treibholz gefunden, das alle anderen übersehen hatten. Ich schleppte es mit und machte eine Feuergrube, nahm den Anzünder raus, warf ihn in den Sand und starrte ihn nur an. Ich fühlte mich wie ein Trottel, weil ich dachte, Brody wäre mit seinen Freunden bei einem Rückzugstrip für Barkeeper. Vielleicht lachten er und Fräulein Bikini Blondine darüber, wie naiv ich war. Oder vielleicht hatten sie größere Probleme, als ich sie hatte, und sie hielten auf dieselbe Weise Dinge vor mir geheim, auf die ich sie vor Greta geheim hielt. Gegenüber dem Kreis von Feuergruben schrie jemand auf und ich sah Charlie, wie sie ungläubig ihre Hand anstarrte. Ich rannte los, um Hilfe zu holen, aber dann sah ich einen der Feuerwehrmänner rüberlaufen und sich ihre Hand ansehen. Er holte etwas aus seiner Jackentasche und begann, ihr damit die Handfläche einzureiben. Ich bekam große Augen angesichts des kleinen Lächelns, das sich auf ihrem Gesicht abzeichnete. Da es Charlie gut ging, sogar mehr als gut, wenn man dieses Lächeln bedachte, schaute ich um mich herum, wo die anderen alle vor Freude jubelten, als sie es schafften, ihre ersten Feuer zu entfachen. Und doch, auch als ihre Anführerin hatte ich immer noch keinen Plan, was ich mit meinem Anzünder machen sollte. Wirk. Kein Glück. Was? ertönte eine ausgelassene Stimme hinter mir. Ich schaute hoch und sah Brody neben mir stehen, sich mit den Händen auf seinen Oberschenkeln nach unten bückend. Ich schnaubte. Ich bin mir sicher, dass ich es auch alleine auf die Reihe bekomme, sagte ich schnippisch, in der Hoffnung, er würde verschwinden. Es ist schon in Ordnung, enttäuscht zu sein, Olivia. Es ist auch in Ordnung, einen Fehler zu machen und sich Zeit zu nehmen, Dinge zu begreifen. Du musst nicht gleich beim ersten Mal alles perfekt machen. Ich, ich möchte nur sicherstellen, dass die anderen Erfolg haben. Wie wäre es damit, sicherzustellen, dass du Erfolg hast, sagte Brody und ließ sich neben mich in den Sand fallen. Er lehnte sich nach hinten auf seine Handflächen und schaute mich ermutigend an. Ich bin mir sicher, dass du es schaffen kannst, aber ich bin hier, falls du mich brauchst. Mein Kind zitterte plötzlich ich neigte meinen Kopf nach unten und nahm den Feuerstein und den Anzünder in meine Hand und warf sie dann wieder zurück in den Sand. Wen kümmerte es schon, ob ich ein Feuer ohne ein Streichholz machen konnte. Ich hatte nicht vor, in absehbarer Zeit zu versuchen, irgendwo alleine in der Wildnis zu überleben. Ich schaute runter zum Strand auf all die Jungs, Paden, die Feuerwehrmänner, wie sie der Gruppe halfen, das riesige Lagerfeuer zu machen. Du scheinst etwas niedergeschlagen, sagte er, sein Ton hörte sich an, als würde er seine Stimme dazu zwingen, unverbindlich zu klingen, wenn er doch tatsächlich besorgt war. Alles in Ordnung? Nein, sagte ich und wollte ihn eigentlich fragen, wieso er nicht erwähnt hatte, dass er Feuerwehrmann war und warum er mir denn nicht gerade herausgesagt hatte, wieso er an dem Abend in Skadi's Bar hinter der Theke gestanden hatte. Aber hauptsächlich wollte ich fragen, wieso ihm etwas an mir zu liegen schien, wenn ich ihm doch so wenig Grund dazu gab. Ich behielt diese Gedanken aber für mich und sagte stattdessen die andere Sache, die mich belastete. Meine Eltern lassen sich wahrscheinlich scheiden, platzte es aus mir heraus und ich spürte ein heißes Brennen hinter meinen Augen. Meine Mutter hat meinen Vater verlassen und ist jetzt mit ihrem alten Freund aus der Higgs-Schule zusammen. Sie haben online wieder Kontakt zueinander aufgenommen, weil ich Sie dazu ermutigt hatte, sich ein Online-Konto zu erstellen und unabhängig zu werden. Es ist meine Schuld, dass Sie sich trennen, seine warme Hand landete auf meinem Knie. Das ist hart, sagte Brody sanft. Dann nahm er seine Hand weg und verstellte einen der Steine im Kreis meiner kleinen Feuergrube. Meinst du wirklich, dass du die Macht hast, ein verheiratetes Paar zu trennen, nur, weil du deiner Mutter dabei geholfen hast, sich ein Profil anzulegen? Ich weiß ja, dass du gesagt hast, ich sei derjenige mit dem großen Ego. Acht? Ich konnte nicht einmal einen Fisch fangen oder ein Feuer entfachen. Brody hatte recht. Ich musste ein Lächeln unterdrücken. Ich verstehe, was du sagst, aber ich fühle mich immer noch schlecht deswegen, irgendetwas mit ihrer Trennung zu tun gehabt zu haben. Mama hatte gesagt, Papa würde sich nur um seine Arbeit kümmern, aber das scheint mir unfair. Er hatte gearbeitet, um für die Familie Geld zu verdienen, während sie zu Hause geblieben war und mich aufgezogen hatte. Das macht Sinn, sagte er, mich intensiv studierend, mit einem Blick, der sagte, dass er meine Gefühle verstand und in meiner Situation mit mir mitfühlte. Der Idiot. Ich wollte sauer auf ihn bleiben weil er mir nicht gesagt hatte, dass er Feuerwehrmann war und wegen dem, was da auch immer mit Fräulein Bikini Blondine abging, aber das war ziemlich schwer, als seine Hand wieder auf meinem Knie war. Seufz. Ich schüttelte den Kopf und zog mein Bein zur Seite, verschränkte es mit dem anderen. Mein Vater versucht außerdem, sie zurückzuerobern. Gestern hat er ihr Blumen gebracht, aber er wurde nur verletzt, weil der Typ in der Wohnung meiner Mutter war. Ich wollte meinem Vater sagen, er solle sich keine Mühe geben, dass es ein bisschen zu spät sei. Weißt du? Sein Blick wurde sanft und er drehte seinen Kopf. Lass es dir von mir sagen, besser zu spät als nie, das ist meine Meinung, sagte er und hob eine Handvoll Sand auf und ließ ihn vom Wind wegblasen. Dann vernebelten sich seine Augen und seine Stimme wurde gedämpfter, als er sagte, meine Mutter hat uns verlassen, als ich ein Baby war. Ich habe sie nie gekannt. Aber angenommen, es würde die unwahrscheinliche Situation eintreten, dass sie irgendwann mal zurückkäme. Ich nehme an, ich müsste ihr eine Chance geben. Es ist besser, Dinge auszubügeln, wenn dein Vater das machen kann. Der Atem drang aus mir heraus und mein Bauch fühlte sich an, als hätte mir jemand in den Magen geboxt. Seine Mutter hatte ihn verlassen. Unsere Blicke trafen sich und ich konnte die tiefe Verletzung in seinen blauen Augen sehen. Wenigstens hatte ich beide meiner Eltern. Keiner von ihnen benahm sich so, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich wusste, dass sie für mich da waren, und dass sie immer für mich da sein würden. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlte, wenn einen die eine Person im Stich ließ, die sich eigentlich um einen kümmern sollte. Impulsiv legte ich meine Hand auf Brodis und drückte sie. Es tut mir so leid. Es tut mir auch leid, dass du deinen Kameraden verloren hast. Danke, er drehte leicht sein Kinn, als wollte er es abschütteln. Seine Hand blieb ruhig neben meiner liegen und seine Augen studierten mein Gesicht, als würde er sich alle meine Gesichtszüge im dunklen Mondschein merken wollen. Über uns kreischte eine Möwe und Momente später kamen Hochrufe aus der Richtung vom Lagerfeuer, wo alle anderen zu sein schienen. Er drehte den Kopf in deren Richtung und grinste. Hört sich an, als würde die Party losgehen. Ich schätze mal, du solltest dich beeilen und das Feuer endlich entfachen. Ich bin hier am Erfrieren. Das Grinsen auf seinem Gesicht hellte die Stimmung auf, aber ich konnte immer noch die verweilende Traurigkeit sehen, die mein Herz sich zusammenziehen ließ. Es fiel mir auch plötzlich auf, dass er nach all den Späßen und Spielen nun etwas sehr Persönliches mit mir geteilt hatte. Hier beim Dateentzug sitzend, wusste ich nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Sache war. Ich nahm wieder den Feuerstein und den Anzünder und schlug sie aneinander. Nichts passierte. Ich schlug wieder und wieder, aber es passierte immer noch nichts. Wirk! Wie haben es alle anderen geschafft, Feuer zu machen, nur ich nicht, fragte ich frustriert. Ich glaube, ich habe eine Lösung, er stellte sich hinter mich, schlug seine Arme um meine Taille und klatschte meine Hände mit den seinen. So, sagte er und half mir, mein Feuer anzuzünden. Weiler, sagte er, als der Funken aufglühte, und legte seine Wange an meine. Manchmal braucht es nur etwas Teamarbeit, flüsterte er. Kribbeln machte sich in meinem Bauch breit, als sein warmer Atem meine Wange streifte. Ich wollte mich an ihn schmiegen, in seine Arme, die er um mich gelegt hatte, aber stattdessen blieb ich vollkommen ruhig. Wieso hast du mir nicht erzählt, dass du Feuerwehrmann bist? fragte ich. Er atmete langsam ein und rubbelte dann mit seiner Nase gegen meinen Kiefer, ehe er antwortete. Ich dachte nicht, dass es dich interessieren würde, sagte er einfach. Und plötzlich sahen wir einander in die Augen, unsere Münder nur Zentimeter voneinander entfernt. Wir erhoben uns über die Geräusche der Wellen und ich konnte unser Ein- und Ausatmen hören. Elektrizität tanzte zwischen uns und ich fragte mich, ob er mich küssen würde oder ob ich ihn küssen würde. Ich sehnte mich danach, ihm zu sagen, dass ich Dinge über ihn erfahren wollte, aber ich hatte Angst, dass mir wieder der Teppich unter den Füßen weggezogen werden würde. Stattdessen stand ich still da, von der Angst in die Enge getrieben. Seine blauen Augen durchbohrten meine und wir blieben einige Sekunden so, bis hysterisches Gelächter in unsere Richtung geschossen kam und unsere Aufmerksamkeit zum Rest der Gruppe lenkte. Brody hob seine Augenbrauen, als wollte er fragen, ob ich mich zu ihnen ans Lagerfeuer gesellen möchte, aber in dem Moment war mir die Arbeit einfach nur egal. Ich schüttelte meinen Kopf. Alles, was mich interessierte, war die Art und Weise, wie an den Seiten von Brodis Augen kleine Lachfältchen zu sehen waren, wenn er mich anlächelte und dass ich den Mut hatte, zurückzulächeln. Kapitel 9: Ich umklammerte meinen Bettbezug, vergrub meinen Kopf im Kissen und versuchte, den entweichenden Traum festzuhalten. Ich war immer noch mit Brody am Strand und wir hatten uns tatsächlich geküsst, anstatt uns schließlich zur Gruppe am Lagerfeuer zu gesellen. In meinem nebligen Traum brannte unser kleines Feuer leicht und er schlug seinen Arm um mich, während er für den vollkommensten Kuss, den ich jemals hatte, seine Lippen auf meine presste. Dann legte ich meinen Kopf auf seine Brust und horchte seinem gleichmäßigen und ehrlichen Herzklopfen. Ich seufzte zufrieden, bis aus dem Schlagen ein Vibrieren wurde. Was zur? Verwirrt heftete sich mein Blick an Brodi. Ich versuchte, ihn da festzunageln und ihn bei mir zu behalten, aber das Vibrieren wurde nur lauter. Näher. Stärker. Plötzlich richtete ich mich im Bett auf, blinzelte in dem sanften, gedämpften Licht vor der Dämmerung. Ich wollte mich so sehr zurück in meinen Traum verkriechen, aber mein Handy vibrierte unaufhaltsam auf dem Nachttisch neben mir. Ich griff es mir, um Janine nicht aufzuwecken die im Schlaf leicht schniefte, sich umdrehte und dann zu schnarchen begann. Ich schielte auf den Bildschirm, der plötzlich hell geworden war, und mein Magen flatterte, als ich eine Nachricht von Brody sah, wir treffen uns an unserem Platz am Strand in zehn Minuten. Dringend! Ein Schuss Adrenalin raste durch mich hindurch. Dringend? War er verletzt? Rauchte er mich? Was sonst hätte so ernst sein können um? Viertel vor fünf am Morgen? Durch meinen Kopf schossen alle Möglichkeiten, während ich mit meinem Finger auf dem Bildschirm herumtippte und antwortete, komme. Ich sprang aus dem Bett und zog mir eine Jogginghose über, ließ meine Haare in dem unordentlichen Dutt. Mein Magen blubberte Vorsorge, als ich schnell ins Bad eilte und mir die Zähne putzte. Da ich in Eile war, entschloss ich mich, kein Make-up aufzutragen, und lief schnell zur Hintertür. Ich schritt nach draußen in die kühle Morgenluft und zog den Reißverschluss meines Kapuzenpullis bis ganz nach oben. Die Vorfreude, Brody zu sehen, übermannte mich und ich konnte mir nicht vorstellen, was so wichtig hätte sein können, außer dass etwas ganz schrecklich nicht stimmte. Es nervte mich, dass ich besorgt war, vor allem, weil es mir nicht ähnlich sah, dass mich jemand, den ich kaum kannte, so beunruhigte. In der Dunkelheit machte ich mich auf den Weg die Treppe runter und schaute zurück zur großen, stillen Villa, hoffte, dass mich niemand dabei sah, wie ich mich davon schlich. Aber in dem Moment war es mir eigentlich egal. Brody brauchte mich. Ich wollte nicht zugeben, dass es sich gut anfühlte, gebraucht zu werden. Vollkommen. Ich schaute noch ein letztes Mal zurück und rannte dann los. Ich kam unten am Strand an, wo der dunkle Himmel sich über das Wasser erstreckte. Ich konnte die Brandung auf dem Sand erkennen, die Felsen, die ihre Silhouetten an den Klippen abzeichneten, und eine Gestalt, die mitten am Strand auf einer Decke saß. Hier drüben, reizende Dame, rief er. Mein Herz pochte, ich schleppte mich durch den festen Sand, so schnell ich konnte, und hielt dann vor ihm an. Was ist so dringend? Geht es dir gut? fragte ich, ganz außer Atem. Er schaute runter auf den Picknickkorb und die Thermoskanne und dann wieder zu mir rauf, mit einem schelmischen Grinsen. Ich konnte nicht schlafen. Ich dachte, es würde dir vielleicht gefallen, dir heute Morgen den Sonnenaufgang mit mir anzusehen. Es dauerte einen Moment, bis mein Gehirn begriff, dass dies eine Falle war. Meine innere Verzweiflung und das Lampenfieber verwandelten sich in ein Feuer, dass Brody mit seiner sanften Stimme nicht sehr bald ausmachen könnte. Weißt du, was du mir angetan hast? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe riskiert, dass Greta mich sieht, die nebenbei gesagt darauf beharrt, dass ich mit einem guten Beispiel vorangehe. Und es gibt jetzt keinen Notfall? Vergiss, Greta. Was ist mit dem, was du möchtest? Die Sonne geht sehr bald auf, also kann das als dringend bezeichnet werden. Sagte er und zog an meiner Hand, bis ich neben ihn auf die Decke plumpste. Er strich mir eine Strähne hinter mein Ohr und sein Finger verweilte auf meiner Haut. Außerdem wollte ich dich wiedersehen, und auch das war für mich sehr dringend. Ich zitterte, meine Haut prickelte von meinem Nacken bis nach unten von seiner Berührung und Hitze wirbelte in meinem Bauch auf. Du hättest mir beinahe einen Herzanfall verpasst, sagte ich, ließ mir seine Worte immer und immer wieder durch den Kopf gehen, darüber, dass er mich sehen wollte und sich zusammen mit mir den Sonnenaufgang anschauen wollte. Ich schaute über den Strand. Moment mal. Wir schauen nach Westen. Er grinste. Ich hoffte, du würdest das nicht bemerken. Die Klippen blockieren unsere Sicht auf die Berge, ansonsten wäre das eine großartige Aussicht. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Ein Schauer rannte durch mich hindurch. Also, was hast du da? Er kramte im Korb herum. Brötchen vom Abendessen, Trauben und Kaffee. Ich befürchte, die Jungs versorgen das Haus nicht so gut mit Vorräten. Ein sinkendes Gefühl machte sich in meiner Bauchgrube breit dass er die Jungs in seinem Haus erwähnte, erinnerte mich an Fräulein Bikini Blondine. Definitiv kein Mann. Wohnte sie auch mit ihnen dort? Sie hatte sich benommen, als würde sie ihr Revier verteidigen, als sie ihn vor mir hübscher nannte. Hatten sie was miteinander? Wenn ja, was machte er dann hier mit mir? Das Letzte, was ich wollte, war, wieder auf einen Betrüger hereinzufallen. Aber es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Die Tatsache, dass er mich hierher eingeladen und zugegeben hatte, dass er mich sehen wollte, machte mir etwas Mut. Ich öffnete meinen Mund, um zu fragen: "Wer? er? Wer ist das? fragte er und schielte über den Strand. Ich schloss meinen Mund und folgte seinem Blick, erkannte sofort die Gestalt, die langsam über den Strand joggte. Ihre glatte, dunkelhaarige Bobfrisur, ein weißes Jogging-Outfit und eine pinke Handyhülle an der Seite angebracht, ließen eine nervöse Gänsehaut meinen Rücken hinauflaufen, bis unter meine Kopfhaut. Es ist Greta, meine Stimme bebte und ich schaute mich um, um einen Platz zu finden, an dem ich mich verstecken konnte. Mein Blick landete auf einer großen Felsenzunge hinter uns. Schnell, wir müssen uns verstecken. Wenn sie mich sieht, bin ich sowas von gefeuert. Renn zu den Felsen. Er schaute mich merkwürdig an und dann krabbelten und duckten wir uns in Richtung der großen Felsenzunge, ließen unser Picknickfrühstück verlassen auf der Decke sehen. Mist! Ich spähte aus unserem Versteck, griff seinen Arm und Greta kam immer näher. Meinst du, sie hat mich gesehen? Sie muss mich gesehen haben, sonst würde sie nicht in diese Richtung kommen, richtig? Sie macht sicher Dosenfutter aus mir. Erinnerungen an den Fischgeruch ummantelten meine Gedanken und ich geriet in Panik. Ich konnte nicht auf ewig im The Market arbeiten. Das war meine große Chance und ich durfte sie einfach nicht vermasseln. Ich denke nicht, dass sie dich sieht, seine Stimme war ruhig und er schaute nach unten, wo sich meine Hand an seinen Arm geklammert hatte, als würde es um Leben und Tod gehen. Ich mag ja dieses ganze gemeinsame Versteckspiel. Aber wieso denkst du, dass du deinen Job verlierst, nur weil du am Strand sitzt? Ich bückte mich weiter nach unten, um aus ihrem Sichtfeld zu verschwinden, und lehnte mich an den Felsen. Es ist nicht, weil ich am Strand sitze, es ist, weil ich mit dir am Strand sitze. Das hier ist ein Rückzugstrip für Frauen, bei dem wir uns auf die Unabhängigkeit von Männern konzentrieren sollen. Er strich sich übers Kinn und ließ ein verwirrtes Geräusch von sich. Aber sie sieht uns doch ständig zusammen. Du lädst uns zu euren Ausflügen ein. Das ist was anderes, ich schielte über den Felsen, erhaschte einen Blick auf Greta, die weiterhin mit hochmütigen Schritten auf uns zukam. Das war so übel. Ich atmete ein, wusste, dass ich Brodi mein bizarres Verhalten erklären musste. Bei den Ausflügen, da laden wir euch Jungs ein, um, na ja, ihr seid die Versuchung, der wir widerstehen müssen. Seine Augenbrauen schossen nach oben. Bitte was? Ihr seid heiße Versuchungen, flüsterte ich und hoffte, dass sich das in seinen Ohren nicht so schlimm anhörte wie in meinen. Wenn ihr Jungs da seid und wir mit euch lediglich befreundet bleiben, beweist das Greta, dass wir der Versuchung eines Mannes widerstehen können und uns auf unsere Unabhängigkeit konzentrieren. Er runzelte die Stirn. Als du mich aufs Boot eingeladen hattest, dachte ich, du wolltest Zeit mit mir verbringen. Du benutzt mich nur als Mittel bei deinem Rückzugstrip für Frauen? Nein, ja, es drehte sich in meinem Kopf, und um die Sache schlimmer zu machen, hielt Greta in der Nähe der Felsen an. Ich legte mir eine Hand über den Mund, aus Angst, sie könnte meinen zerfetzten Atem hören. Sie schien das Picknick nicht bemerkt zu haben und ich war dankbar für das schwache Licht, das der Morgen lieferte. Ich schaute rüber zu Brody, der verletzt zu sein schien und meinem Blick auswich. Ich konnte nicht sprechen, sonst würde Greta mich sicherlich hören. Um zu beweisen, dass ich ihn nicht nur für den Rückzugstrip benutzte, schlüpfte ich meine Hand unter seine und verflocht unsere Finger miteinander, auch wenn sich seine steif anfühlten. Mein Herz raste, während ich auf Gretas nächsten Zug und auf Brodi's Reaktion wartete. Alles war still. Dann ohne Vorwarnung festigte Brodi den Griff seiner Finger um die meinen. Ich ließ einen Atemzug entgleiten, den ich gehalten hatte, und schaute über den Felsen. Greta drehte sich in Richtung der Felsen, als hätte sie gewusst, dass wir da waren. Dann klingelte ihr Handy. Sie hatte den Klingelton in einen frauenstärkenden Popsong geändert, der sich als Ohrwurm in meinem Kopf festhakte. Ich hatte den Rest des Tages versucht, die Melodie wieder loszuwerden. Hallo, sagte sie, die Person am anderen Ende begrüßend. Ja, ich arbeite noch am Angebot, aber die Situation verlangt Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Ich bin mir sicher, dass ich sie überzeugen kann bevor der Rückzugstrip zu Ende ist, sie stand genau vor uns und ich bückte mich tiefer. Das ist das Beste, was ich tun kann, Liebes. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß, mit den Worten legte sie schnell auf. Ich konnte mir nicht helfen, aufgewühlt darüber zu sein, dass sie die Person Liebes genannt hatte. Ja, ich weiß, bei Telefonaten ist das ein übliches Kosewort aber zu hören, dass sie in meiner anwesenheit noch jemandem bei dem namen nannte, traf mich ein bisschen. ich musste mir ein rückgrat wachsen lassen und etwas distanz zwischen uns aufbauen, wenn sie nur nicht das ticket zu meinem großen traum wäre. brodes arm schlang sich um mich und ich konnte spüren, wie sich die hitze aus seinem körper sich auf meinen übertrug, was mich etwas benommen machte. ich hielt meinen atem so lange an, bis greta wieder in die entgegengesetzte richtung losjoggte. Ich stand weiterhin an Brody gelehnt, auch nachdem sie die Treppe hinauf zur Villa verschwunden war, und sagte mir selbst, dass ich das nur machte, um in Sicherheit zu bleiben. Ich glaube, die Luft ist rein, sagte ich und wir kletterten endlich hinter den Felsen hervor. Wir setzten uns zurück auf die Picknickdecke. Mein Magen tobte, also nahm ich mir ein Brötchen und biss ab. Brody seufzte. Versuchungen? Das ist schrecklich. Ich weiß, sagte ich, erleichtert darüber, dass er nicht sauer auf mich zu sein schien. Aber Gastgeberin bei einem Rückzugstrip für Frauen zu sein und eine Gruppe heißer Feuerwehrmänner nebenan zu haben, war nicht gerade das, was Greta sich gedacht hatte, als sie mich anstellte. Ich musste schnell denken und handeln, um meinen Job nicht zu verlieren. Hast du denn noch nie eine taffe Situation bei der Arbeit gehabt? Einmal, sein Mund hob sich nach oben, als er Kaffee in einen kleinen Becher goss und mir das Getränk gab. Aber dafür ist nur meine schelmische Seite verantwortlich. Als ich ein Neuling war, habe ich die Tischschubladen unseres Chefs mit Bananen vollgestopft, was ja noch ziemlich harmlos aussieht. Als sie aber gereift waren, hatte er einen ganzen Schwarm Fruchtfliegen, der es sich in seinem Büro gemütlich gemacht hatte. Es dauerte eine Weile. Bis ich bei ihm wieder gut angeschrieben war. Ich musste lachen. Ja, das ist wahrscheinlich nicht der beste Eindruck, den man hinterlassen kann. Er zuckte mit den Achseln, nahm einen Schluck von seinem Kaffee. Ich habe monatelang Laster geschrubbt, aber halb so schlimm. Unser Chef war ein großer Softie. War, wiederholte ich, eine fürchterliche Ahnung überkam mich. Er räusperte sich. Er, ähm, er ist letztes Jahr ums Leben gekommen, als er ein Wildfeuer bekämpft hat. Das tut mir so leid, ich rutschte näher zu Brody heran, legte meine Hand auf seinen Rücken. Und die Art und Wiese, wie sich seine Muskeln zusammenzogen, ließ mein Herz für ihn bluten. Deswegen macht ihr diesen Trip zusammen im Haus deines Onkels? Ja, er hielt einen Moment inne und schaute mich an, seine blauen Augen stürmten vor Emotionen. Seine Frau, seine Witwe hat mich gebeten, die Asche über dem Meer zu verstreuen. Aber ich habe sehr damit zu kämpfen, loszulassen, er räusperte sich und nahm dann ein Brötchen und biss ab. Nach einigen Sekunden schluckte er. Also, was denkst du, worüber Greta dort gesprochen hat? Hat sich fast so angehört, als hätte sie irgendwelche geheimen Pläne. Mein Hals war verstopft, weil er sich mir gegenüber geöffnet hatte, aber ich nahm sein Stichwort auf, um mich vom Thema Chef wegzubewegen. Vielleicht hat sie ein anderes Buch in Arbeit, das ein Spin-off dieses Rückzugstrips ist. Wer weiß? Ehrlich gesagt, sie ist so erfolgreich, dass ich denke, dass sie auch im Schlaf arbeitet. Wahrscheinlich ist sie auch an ihrem Computer, sagte Brody lächelnd. Kann sein, ich lächelte zurück. Mit ihrem Handy jagt sie ja schon wir lachten beide, dann kam er näher an mich heran und strich mir eine Strähne hinter mein Ohr. Sein Blick verfing sich in meinem und unsere Verbindung fühlte sich an wie unsichtbare Fäden, die mich zu ihm zogen. Ich sollte wieder zurück, sagte ich schnell, brach den Zauber. Noch nicht, seine Finger wanderten über meinen Kiefer, versahen meine Haut mit kleinen Nadelstichen. Dann wich er zurück, gab mir das bisschen Abstand, das ich brauchte. Die Sonne ist noch nicht einmal aufgegangen. Plötzlich verflogen die Wolken und über den Klippen schossen die ersten Morgenstrahlen durch. Die Aussicht nahm mir den Atem und ich griff instinktiv nach Birdis Hand. Unsere Finger verhakten sich ineinander und ich versuchte in dem Moment, nicht an meine Arbeit zu denken oder daran, dass Greta uns jeden Augenblick erwischen könnte. Stattdessen konzentrierte ich mich ausschließlich auf die Geräusche der Wellen, die gegen das Ufer hinter mir platschten, und mit Brody hier zu sein, war die schönste Szenerie, die ich mir vorstellen konnte. Kapitel 10. Früh am nächsten Morgen versammelte ich alle Frauen unten am Strand für eine der Aktivitäten, durch die der Zusammenhalt gestärkt werden sollte. Trotz meiner Karriereziele und meinem intensiven Verlangen, Greta beeindrucken zu wollen, war ich zerrissen von meinen wachsenden Gefühlen für Brody. Es war ein Klacks, sich zu ihm hingezogen zu fühlen, wenn man sein gutes Surfer-Aussehen bedachte. Jetzt, wo ich ihn langsam kennenlernte, erfuhr ich, dass er auch eine verletzliche, süße Seite hatte, und mein Herz schmerzte wegen des kleinen Jungen, der von seiner Mutter verlassen worden war, und des erwachsenen Mannes, der seinen Mentor verloren hatte. Der Himmel war heute bedeckt, mit großen dunklen Wolken, die sich über unseren Köpfen zusammenbündelten, soweit das Auge sah. Als Ergebnis war die Bucht schiefertafelgrau geworden, mit unruhigen Wellen, die gegen den Strand schlugen. Die ominöse Spannung in der Luft ließ meine Haut prickeln und ich wurde zögerlich, mich an irgendjemandem binden zu wollen. Die anderen Frauen standen in kleinen Grüppchen da, in Shirts und Kapuzenpullis gegen den beißenden Wind. Vielleicht fühlten die sich auch unbehaglich. Nur Greta schien an diesem Morgen fröhlich zu sein, mit einem breiten Grinsen, das auf ihr perfekt bemaltes Gesicht gepflastert war. Sie hielt ihre Arme weit offen, während sie sprach. Freundinnen, die einem den Rücken frei halten, sind im Leben einer unabhängigen Frau von essenzieller Bedeutung. Freunde unterstützen uns und erinnern uns daran, dass wir in allem, was wir tun, glänzen sollten. Während Greta weiter über die Vorteile von Freundschaften sprach, schoss mein Blick rüber zu Charlie und ich dachte darüber nach, was uns unsere Freundschaft in der Higgs-Schule bedeutet hatte. Sie war immer diejenige gewesen, die Partys zum Leben brachte, und es gab nicht einen unausgefüllten Moment mit ihr. Wochenenden endeten ein bisschen verrückt, weil wir niemals wussten, was für Ideen sie noch aus ihrem Ärmel zaubern würde. Ich vermisste ihre Begeisterung fürs Leben. Einmal hatten Wendy, Megan und ich die Nacht in Charlies Haus verbracht und sie hatte beschlossen, dass wir um 1 Uhr in der Nacht nach Los Angeles fahren mussten, sodass wir die Ersten in der Reihe von diesem neuen Frühstücksladen sein konnten, das mit Prominenten voll war. Wir kamen rechtzeitig im Restaurant an, aber nachdem wir die Speisekarte studiert hatten, begriffen wir, dass wir uns nur einen Orangensaft leisten konnten und einen Teller Bacon, den wir uns teilten. Das Essen hatten wir auf zwei Stunden ausgedehnt, was sich aber total gelohnt hatte, denn wir hatten neun verschiedene Prominente gesehen. Nur Charlie hatte genug Mut gehabt, um sie um Autogramme zu bitten. Der Reiz und der Glamour des Prominenten-Status waren dann schließlich zu Charlies Untergang geworden. Dank des musikalischen Erfolgs ihres Ex musste sie die Realität eines Prominenten leben, mit der Klatschpresse. Die jedes schmutzige Detail ihrer zerbröckelnden Ehe ausspie und ihren Schmerz vor der Welt breitrat. Es überkamen mich Schuldgefühle, weil ich nicht eher für sie dagewesen war. Als Greta ihre Rede beendet hatte, entschloss ich mich sicherzustellen, dass Charlie und ich Partnerinnen bei der Vertrauensübung sein würden. Olivia, trällerte Greta, wie immer alle vier Silben betonend. Ich weiß, dass diese Damen es kaum erwarten können. Zu sehen, was du für heute als Freundschaftsübungen für uns vorbereitet hast. Danke, Greta, ich nickte in ihre Richtung und holte dann mein Exemplar von Männer, wer braucht die schon? Hervor, dass ich letzte Nacht im Bett nochmals gelesen hatte. Zuerst möchte ich einen Abschnitt aus Greta's Buch vorlesen. Wenn Frauen die tiefen Verbindungen der Freundschaft zu anderen Frauen entwickeln, sind sie auch in der Lage, die emotionalen Verbindungen zu haben die sie sich wünschen, ohne sich auf einen Mann verlassen zu müssen. Meine Gedanken schossen zu Brodi. Ich fragte mich, wieso Greta meinte, dass wir von einer Frau, aber nicht von einem Mann abhängig sein dürften. Waren Menschen keine Individuen? Wie also hing Vertrauenswürdigkeit mit dem Geschlecht zusammen? Als ich begriff, dass ich innegehalten hatte, schaute ich zu den Frauen, die mich alle anstarrten. Ups, ich ging zurück zur Seite, die ich gelesen hatte. Die Bindungen von Frauen werden am meisten dann gestärkt, wenn sie gemeinsam an Aktivitäten teilnehmen, die Vertrauen aufbauen sollen. Vertrauen ist die Basis jeder Beziehung. Psychologen stimmen der Tatsache zu, dass wenn in einer Beziehung das Vertrauen gebrochen wurde, Frauen es schwer haben, über den Riss hinwegzukommen und die Beziehung wird oftmals beendet. Weil andere Frauen eher in der Lage sind, das Bedürfnis nach Vertrauen in Beziehungen zu verstehen, schaffen die Freundschaften, die zwischen Frauen entstehen, eine Schwesternschaft der Sicherheit, Liebe und Akzeptanz. Offensichtlich hatte Greta Vertrauensprobleme mit jemandem in ihrem Leben, vielleicht sogar mit Brodies Onkel, Scotty Mitchell, aber ihre Worte machten jetzt so viel Sinn. Vertrauensaufbau war die Grundlage einer starken Freundschaft. Also war das das Ziel unserer Aktivität, Vertrauen aufzubauen, die Bindung zueinander zu stärken und langanhaltende Freundschaften zu schaffen. Meine Damen, heute dreht sich alles ums Vertrauen, sagte ich und schaute schnell zu Greta, Zustimmung erwartend. Als sie nickte, überflutete mich eine Welle des Selbstvertrauens. Wir teilen uns in Paare auf und führen einander durch verschiedene Vertrauensübungen. Es mag sein, dass es einen Teil in euch gibt, der Widerstand leisten möchte. Einer anderen Person zu vertrauen, die man gerade kennenlernt, kann durchaus erschreckend und kontraintuitiv sein, aber deswegen sind wir alle hier, nicht wahr? Wir möchten unsere Unsicherheiten überwinden, Grenzen brechen und langanhaltende Verbindungen aufbauen. Lasst uns also in Paare aufteilen. Wählt die Person, die euch am nächsten steht, wies ich an. Ich hatte mich neben Charlie gestellt, ehe ich diese Verkündung machte, aber gerade, als ich mich zu ihr drehte, hakte Greta ihren Arm bei ihr ein. Sieht aus, als seien wir ein paar, trellerte Greta. Ich musste gestehen, dass diese Trellerstimme, die sonst so glücklich und selbstbewusst klang, so langsam anfing, mir an den Nerven zu zerren. Ich fing mich bald wieder und sah, dass Janine keine Partnerin hatte, also lief ich auf sie zu. Wir müssen allen zeigen, was sie machen sollen, sagte ich, unfähig, die Anspannung aus meiner Stimme zu verbannen. Alles, was du brauchst, sagte sie mit einem besorgten Gesichtsausdruck. Janine und ich stellten uns unten an den Strand hin, wo uns alle sehen konnten. Gut, meine Damen, sagte ich laut, während ich mir in die Hände klatschte, um die Aufmerksamkeit aller auf mich zu ziehen. Bei der ersten Aktivität machen wir einen Vertrauensfall. Abwechselnd wird eine Person die Augen schließen, mit den Armen über der Brust verschränkt. Und deren Partnerin wird sie auffangen, wenn sie sich nach hinten fallen lässt. Schaut uns zu. Schnell drehte ich mich um, schloss meine Augen und verschränkte meine Arme über meiner Brust. Dann versuchte ich, die Hemmungen loszuwerden während ich mich nach hinten fallen ließ und erwartete, dass Janine mich auffangen würde. Stattdessen schlug mein Kopf gegen etwas Hartes und ich landete im Sand. Ich drehte mich um und sah, dass Janine sich hatte nach hinten fallen lassen, damit ich sie fange. Ich seufzte. Im Versuch, wieder auf die Beine zu kommen, forcierte ich ein Lachen. Und das ist genau das, was ihr nicht tun solltet, sagte ich. Stellt sicher, dass ihr miteinander kommuniziert, während ihr das Vertrauen zueinander aufbaut. Die anderen kicherten mit mir und bald hatten sie begonnen, die erste Aktivität auszuprobieren. Ich drehte mich zu Janine, bot ihr meine Hand an und half ihr auf die Beine. Sie fasste sich immer noch an den Kopf. Müssen wir das nochmal versuchen? jammerte sie. Ja, wir sind ein Beispiel für alle, sagte ich, entschieden. Vertrauen aufzubauen und Herr über diese Veranstaltung zu werden. Ich blickte rüber und sah, wie Greta Charlie fing und spürte dabei einen Andrang von Aufgewühltheit. Wir haben noch zwei Aktivitäten vor uns. Mein Blick wanderte rüber zu Charlie und Greta. Die beiden sprachen miteinander. Charlie redete über etwas mit einer fröhlicheren Miene als sonst und Greta lachte über alles, was sie sagte. Während ich mich darüber wunderte, wieso Greta mit Charlie ein Paar bilden wollte, ertönte mein Handy in meiner Hosentasche. Eine Sekunde, sagte ich zu Janine und fischte mein Handy heraus, um eine Nachricht von meinem Vater zu sehen, brauche deinen Rat, was soll ich deiner Mama zum Geburtstag kaufen? Ich starrte runter auf die scheinbar harmlose Nachricht, die durchgehend in Großbuchstaben geschrieben war, was bewies, dass mein Vater das Texten nicht richtig verstand. Ich fühlte, wie sich meine Brust zusammenzog, tippte ihm eine Nachricht zurück und drückte auf Senden. Vielleicht solltest du dich etwas zusammenreißen und ihr keine Geschenke machen, da ihr ja getrennt seid. Wenn sich etwas ändert, dann kannst du ihr ja immer noch etwas Besonderes zu Weihnachten schenken. Ich starrte hinunter auf die scheinbar harmlose Nachricht, als mein Handy wieder ertönte. Meinst du, wir kommen bis Weihnachten wieder zusammen? Tränen der Frustration vernebelten meine Augen. Wieso konnte er es nicht akzeptieren, dass die Dinge nicht wieder in Ordnung kommen würden? Es mochte vielleicht früher alles perfekt ausgesehen haben, aber sie hatte ihn verlassen. War denn sein Vertrauen in diese Beziehung nicht irreparabel zerstört? Mit der bevorstehenden Scheidung meiner Eltern, die mir im Kopf herumschwirrte, steckte ich mein Handy wieder in meine Hosentasche. Meine Stimme brach, als ich die nächste Aktivität zu erklären versuchte, ein Vertrauensspaziergang, bei der eine Partnerin die Augen verbunden bekam und die andere ihr Anweisungen gab, damit sie sich sicher am Strand fortbewegen konnte. Als alle begannen, schloss ich meine Augen und horchte Janines Anweisungen. Mach drei Schritte nach vorn, sagte sie. Gut, jetzt einen Schritt nach links. Nein, ich meine rechts. Warte, ich meinte mein Rechts. Geh nach links. Ich schweifte nach links ab, stolperte über etwas nach hinten und fühlte meine Beine weit über meinen Kopf fliegen. Mein Rücken krachte auf den kalten Sand und Schmerzen durchstachen beide meiner Beine. Ich riss mir die Augenbinde vom Kopf und schaute zu Janine, die ihren Daumen und Zeigefinger gespreizt hatte, um ein L-Zeichen zu vermitteln. Er stand natürlich für loser. Tut mir so leid, ich hatte es nie wirklich mit den Richtungen, sagte sie, mir wieder auf die Beine helfend. Vielleicht erwähnst du das beim nächsten Mal, bevor wir beginnen, schlug ich vor und hoffte, dass ich vom Fall nicht einen riesengroßen blauen Fleck hatte. Ich hörte Gelächter und schaute rüber zu Charlie und Greta, die die Übung perfekt gemeistert zu haben schienen. Ich musste zugeben, dass die beiden ein gutes Team waren, aber ich war mir nicht sicher, wieso mich das so sehr störte. Greta's Unterhaltung am Telefon am Strand rollte wieder durch meinen Kopf und eine böse Ahnung überkam mich. Aber ich schob dieses Gefühl aus meinem Kopf und entschied mich zu glauben, ich sei paranoid. Nachdem alle mit der zweiten Übung fertig waren, rief ich uns wieder als Gruppe zusammen, sodass wir die letzte Aktivität gemeinsam starten konnten. Das heißt der menschliche Knoten. Nehmt eine Person aus dem Kreis an die Hand. Kreuzt aber eure Arme nicht. Wenn wir alle verknotet sind, werden wir uns wieder befreien. Dafür müssen wir miteinander reden und einander gut zuhören. Als wir bereit waren, übernahm Greta die Führung, mich vollkommen meiner Pflicht entledigend. Sie sagte den Damen, wohin sie sich bewegen sollten, und ein Knoten bildete sich in meinem Hals, weil sie mir nicht zu vertrauen schien. Unter ihrer Führung verknoteten wir uns sogar noch mehr. Ich dachte daran, einzugreifen, aber ich wollte Greta nicht aufregen oder dafür sorgen, dass sie noch mehr von mir enttäuscht war. Plötzlich jaulte Aaron auf. Sie drehte sich zu Charlie. Du hast mich gezwickt, sagte sie. Charlies Augenbrauen trafen sich in der Mitte. Nein, das habe ich nicht. Egal, ich mache das nicht mehr mit, sagte Aaron schnippisch und zerrte ihre Hände aus dem Kreis. Ich vertraue Charlie nicht. Kommt schon, meine Damen, sagte ich und mein Herz rutschte mir in die Hose. Wir hatten diese Vertrauensübung sowas von in den Sand gesetzt. Lasst uns diese kleine Hürde durch gute Kommunikation überwinden und dann werden wir uns alle besser fühlen. Aaron sollte sich bei Charlie entschuldigen, unterbrach Greta. Beschuldigungen können zu keinem Vertrauen führen und daran sollten wir alle bei den bevorstehenden Beziehungen denken, sie schaute auf ihre Uhr. Vielleicht ist es Zeit, wieder ins Haus zu gehen. Alle zogen sich aus dem Kreis zurück und sahen erleichtert aus, dann schleppten sie sich den Strand entlang zur Treppe. Ich schaute ihnen nur hinterher, mit einem Riesenknoten, der direkt in meiner Bauchgrube saß. Diese Aktivität hatte kläglich versagt und Greta würde wahrscheinlich mir die Schuld daran geben, auch wenn die Damen die ersten zwei Spiele genossen zu haben schienen, als ich noch das führende Wort hatte. Ich mache Snacks fertig, Janine berührte meinen Arm und eilte dann zur Treppe. Ich stand wie angewurzelt an der Stelle, unfähig, mich zu bewegen, kramte in meinem Gehirn herum, um zu begreifen, wie es dazu kommen konnte, dass alles so schief lief. Der Morgen hatte erst begonnen und ich befürchtete bereits, dass Greta mich loswerden wollte. Im Ernst, konnte das alles noch viel schlimmer werden? Plötzlich hörte ich Gelächter vom Ufer auskommend. Ich drehte mich in Richtung des Lärms bei den großen Felsen, hinter denen Brody und ich uns versteckt hatten. Ich erkannte das tiefe, raue Lachen. Ich erhaschte einen Blick auf Brody. Ich hob meine Hand, um ihm zu winken, aber seine Aufmerksamkeit galt jemand anderem, Fräulein Bikini Blondine. Sie war dieses Mal komplett angezogen, sah perfekt und zart in ihrer Jeans und einem Shirt mit V-Ausschnitt aus. Ihre Köpfe waren dicht beieinander, ihre Hand auf seinem Unterarm und sie beide lachten. Nachdem ich über den Sand gestolpert war, sprintete ich zurück ins Haus. Alles, was ich da tun wollte, war, mich in mein Bett zu verkriechen und alles zu vergessen. Zwischenmenschliche Bindungen waren einfach nichts für mich. Gerade als ich ausholte, fiel ich, figurativ und wörtlich. Ich konnte Greta nicht trauen, oder Janine, und unter keinen Umständen konnte ich jemals Brody vertrauen. Kapitel 11 ein luxuriöser Rückzugstrip der unabhängigen Frauen hätte die perfekte Gelegenheit sein sollen, um einen Mann aus meinen Gedanken zu verbannen. Wieso das nicht geklappt hatte? Wir hatten Brody und seine Freunde heute zum Event eingeladen, um uns in Versuchung zu führen. Sie waren unsere heißen Verlockungen gewesen. Wieso hatte ich überhaupt jemals mein großes Maul aufgerissen und vorgeschlagen, die Jungs einzuladen, uns Gesellschaft zu leisten? Sprich mal einer übers Quälen. Um durch diesen Tag zu kommen, war die einzige Möglichkeit, Brody aus meinen Gedanken zu verbannen. Als ich mir eine Jeans und meine alten Cowboy-Stiefel anzog, sagte ich zu mir selbst, dass Reiten in den Bergen der perfekte Weg wäre, meinen Kopf frei zu bekommen, und es machte auch nichts, dass Brody und sein verführerisches Lächeln dort sein würden. Ich knüpfte mein tailliertes Flanellhemd zu. Das mein Outfit komplett machte, und flocht mir mein langes Haar in einen französischen Zopf, fixierte ihn mit einem Gummi am Ansatz meines Nackens. Die Stretchlimo fuhr vor der Villa vor, genau um 9 Uhr in der Früh, um uns zur Ranch in den Bergen zu fahren, wo wir die Pferde ausgeliehen hatten. Die Jungs würden uns dort treffen. Ich hoffte, in der Limo neben Charlie zu sitzen. Greta schien andere Ideen gehabt zu haben und fragte mich daher, ob ich mich nicht vorne zum Fahrer setzen möchte, um ihm den Weg zu weisen. Da der Fahrer und jeder andere in dieser modernen Welt GPS hatte, konnte ich nur annehmen, dass Greta mich loswerden wollte. Weshalb? Ich hatte keine Ahnung. Aber es wäre eine völlige Untertreibung zu sagen, dass meine Gefühle verletzt waren. Dennoch pflasterte ich mir ein breites Lächeln aufs Gesicht und stieg in den Vordersitz. Der Limofahrer war ein netter Kerl aus San Jose, der offensichtlich seinem zweiten Job nachging, um die College-Ausbildung seiner Kinder finanzieren zu können. Wir plauderten, während die Limo hoch in die Berge fuhr, und ich gestand ihm schließlich meine Unsicherheit, weil ich meinen Bachelor niemals abgeschlossen hatte. Zu der Zeit hatte ich überhaupt keine Ahnung was ich beruflich machen wollte, und ich konnte mich für kein Hauptfach entscheiden, nachdem ich am Community College allgemeine Bildungswissenschaften beendet hatte. Der Fahrer bemerkte, dass ich wohl doch ziemlich gut zurechtkam. Er wusste aber nicht, dass meine Tage als die erste Eventplanerin in Blue Moon Bay mit ziemlicher Sicherheit schon gezählt waren. Hallo. Ich durfte nicht einmal mehr bei der Gruppe sitzen. So entmutigend. Die Jungs hatten schon gewartet, als wir bei der Ranch ankamen, und es lag bei den Damen so eine generell enthusiastische Stimmung in der Luft. Ich andererseits hatte keine Ahnung, wie ich die Dinge mit Greta in Ordnung bringen sollte. Wirklich, sie war diejenige gewesen, die unsere letzte Übung in den Sand gesetzt hatte. Nicht ich. Offensichtlich konnte ich aber meiner Chefin nicht sagen, dass es ihre Schuld war. Der Besitzer der Ranch, Lance, versammelte alle in einem losen Kreis und stellte sich der Gruppe vor. Dann winkte er mit seinem Arm über die Schulter. Eure Reittiere sind gleich da hinten, sagte er. Während ich zum Stall lief, holte Brody mich ein und lief neben mir, legte eine Hand auf mein Kreuz. Guten Morgen, sagte er. Morgen, sagte ich und hasste die Tatsache, wie sehr ich es mochte, seine Berührungen zu spüren. Ich beschleunigte meinen Schritt, bis seine Hand zur Seite fiel. Er hatte ja Nerven, zu denken, dass wir so weitermachen könnten wie bisher. Ich hatte ihn dabei gesehen, wie er gestern mit Fräulein Bikini Blondine auf Schmusekurs ging. Klar, sie hatte beim letzten Mal, als ich sie gesehen hatte, zwar keinen Bikini getragen, aber ich kannte immer noch nicht ihren Namen. Viel wichtiger noch, ich wollte ihren Namen gar nicht kennen. Er schenkte mir eines seiner sexy, langsamen Grinsen, das meinen Bauch zum Tanzen brachte. Aber ich lehnte es ab, schwach zu werden. Zum Glück wurden Brody und ich getrennt, als uns die Menschen von der Ranch auf unsere Pferde hochhalfen. Mein Pferd war ein großer, schwarzer Wallach namens Sot. Auf seiner Stirn war ein weißer Stern, aber der Rest von ihm war dunkel wie die Nacht. Als ich mich auf den Sattel setzte, kam Brody an meine Seite geritten. Er zwinkerte mir zu. Hallo, schöne Dame. Ich würde sagen, Sie sind wieder zugemacht, dieses Pferd zu reiten. Dein Pferd ist auch nicht schlecht, sagte ich. Schade, dass ich nicht dasselbe von seinem Reiter behaupten konnte. Ich zog die Zügel zur Seite, drückte mein Pferd etwas mit meinen Fersen an, so dass ich mich von Brody wegbewegen und Charlie finden konnte. Neben Charlie zu reiten, würde zwei Zwecke erfüllen, ich konnte unsere Freundschaft wieder aufleben lassen und ich konnte Abstand zu Brody halten. Ehe ich aber zu Charlie kommen konnte, führte Lance uns auf den Pfad. Ich hatte keine Wahl, als mich einzureihen. Ich sah Charlie vorn, sie ritt neben dem Feuerwehrmann, der sich beim Erschaffen des Feuers um ihre Hand gekümmert hatte. Meine Mundwinkel hoben sich zu einem Lächeln, als ich sie so glücklich sah. Hey, schöne Dame, ertönte Brodi's Stimme genau hinter mir. Ich habe eine Frage an Sie? Überrascht sah ich rüber und erblickte Brodi wieder neben mir. Ja? Was ist? Sein Pferd trottete neben mir her, so dass wir beim Reiten in einer Linie waren. Bin ich als heiße Versuchung angemessen angezogen? fragte er. Hey, ich wollte vermeiden, ihn anzuschauen, aber ich sah trotzdem hin. Er trug ein rotkariertes Shirt, das er in seine Bootcut jeans gestopft hatte, und eine riesige Gürtelschnalle, auf der ein Kuhschädel eingraviert war. Sein Outfit war akzentuiert mit einem Bulletin, die traditionelle Westernkrawatte oder Kordel und einem schwarzen Cowboyhut aus Leder. Kurz gesagt, Brody sah aus wie ein heißer Cowboy. Eigentlich, wenn ich mich so umsah, stellte ich fest, dass so ziemlich alle Jungs auf ähnliche Weise angezogen waren. Wer hat euch Jungs überhaupt angezogen? Ich schätze, man könnte sagen, meine Oma war das, Brody tippte sich an den Hut, sah mich an und seine Mundwinkel schossen nach oben. Meinen Großeltern gehört diese Rentsch. Als ich fragte, was wir anziehen sollten, um als richtig heiße Versuchungen Stimmung zu machen, sagte Oma, wir sollten uns was aus dem Laden aussuchen. Sehr lustig, das mit den heißen Versuchungen. Ich warf ihm einen entnervten Blick zu und gleichzeitig verdrehte sich mein Magen. Meine Stirn runzelte sich und ich schaute ihn flüchtig an. Du hast deiner Oma nicht wirklich das mit den heißen Versuchungen gesagt, nicht wahr? Sein Gesichtsausdruck wurde besorgt und dann zuckte er mit der Schulter. Gut, den Teil habe ich vielleicht ausgelassen. Gut, sagte ich und ließ dann einen Atemzug frei, den ich in mir gehalten hatte. Trotz meiner komplizierten Gefühle ihm gegenüber wollte ich nicht, dass seine Oma schlecht über mich dachte. Außerdem war das die einzige Bezeichnung gewesen, die ich mir einfallen lassen konnte, als ich versuchte, meinen Job zu retten. Was ist los, Olivia? fragte er in einem überraschend nüchternen Ton. Bist du mir wegen etwas Böse? Nein. Log ich, aber meine Stimme verriet mich. Ich schaute zu ihm rüber, aber der verwirrte Ausdruck auf seinem Gesicht ließ meinen Magen umdrehen. Plötzlich konnte ich die Worte nicht mehr in mir behalten. Ich habe dich mit dieser Frau am Strand gesehen und ich schüttelte meinen Kopf. Vergiss es. Er drehte sich auf seinem Sattel um, sein Blick war intensiv geworden. Welche Frau? Ich atmete verzweifelt aus und dann platzte es aus mir heraus, Fräulein Bikini Blondine, mein Gesicht wurde unmittelbar heiß und ich konnte nicht glauben, dass ich ihren Spitznamen laut ausgesprochen hatte. Ich schaute um mich, um sicher zu gehen, dass niemand mich hören konnte, aber wir waren von allen auf dem Pfad weit abgefallen und die nächsten Pferde waren uns um Längen voraus. Hättest du gern Snacks, hübscher, fragte ich, imitierte sie, so gut ich konnte. Die Frau. Bikini-Blondine, wiederholte er, schien amüsiert darüber zu sein. Es machte Klick bei ihm und er lachte. Du meinst Taylor? Wirk, sie hat sogar den perfekten Namen, nöte ich. Jeder wusste, dass Männer Frauennamen liebten, die auch Männernamen sein konnten. Ich war gebrannt. Keine Chance, dass ich mit so einer Frau wetteifern kann. Glaub mir, ich habe es in der Vergangenheit versucht und es ist schlimm ausgegangen. Taylor ist meine Ex, sagte er, sein Ausdruck wurde ernst. Meine Brust zog sich den gesamten Weg bis hinunter zu meinem Bauchnabel zusammen, und das Sod plötzlich zum Trab wechselte, half mir auch keineswegs. Ich zog die Zügel an und er lief wieder langsam. Ex? Du hast deine Ex mitgenommen? Glaub mir, es gibt nichts worüber du dir Sorgen machen müsstest. Sie und ich sind immer noch gute Freunde. Wir arbeiten schon eine sehr lange Zeit zusammen. Du meinst, sie ist Feuerwehrfrau? fragte ich. Ich sah, wie er nickte. Das wurde ja mit jeder Minute immer schlimmer. Die Frau rettet Menschenleben? Sie ist eine Heldin. Und ich bin eine Frau die die Nachbarn heiße Versuchungen nennen muss, nur damit meine Chefin kein Dosenfutter aus mir macht. Er kicherte, aber ich konnte nicht sehen, was daran so amüsant war. Schließlich sagte er: "Schau mal, Taylor und ich sind zusammen aufgewachsen. Sie ist mehr wie eine Schwester für mich als irgendetwas anderes. Wir haben ein paar Monate gedartet, aber dann war Schluss. Sie ist wegen des Trips hier. Nicht wegen mir." Außerdem habe ich gehört, dass sie total verliebt in jemanden ist, und das freut mich total für sie. Ich schaute rüber zu Brody, sein hübsches Gesicht mit Schatten bedeckt, als wir uns durch einige Zypressenbäume hindurch kämpften. Er sagte, Taylor sei wegen des Trips in seinem Haus, und ich musste ihm nicht glauben, ich wollte es. Genauso, wie Charlie vorne mit dem anderen Mann lachte, musste ich vielleicht meine Worte in Taten umwandeln und versuchen, Brodi zu vertrauen. Ich seufzte und fühlte mich wie eine Vollidiotin. Tut mir leid, Brodi. Ich war wegen dieser ganzen Sache mit dem Rückzugstrip so unter Stress, ich bin neu im Geschäft der Eventplanung. Ich meine, ich hatte ja schon den ein oder anderen schwierigen Kunden, aber noch nie war einer so anspruchsvoll wie Greta. Außerdem habe ich versucht, Charlie wieder näher zu kommen, aber nichts, was ich tue, funktioniert. Seine Stirn legte sich in Falten. Charlie ist. Sie war meine beste Freundin in der Hicks-Schule. Wir haben seit Jahren nicht miteinander gesprochen und ich weiß irgendwie nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich drückte mit einer Hand das Sattelhorn und nickte mit meinem Kinn in ihre Richtung. Dein Kumpel scheint sie zu mögen. Wild ist ein guter Kerl, versicherte Brody mir, während er ihnen dabei zusah, wie sie nebeneinander herritten. Dann drehte er sich wieder zu mir. Was ist denn los mit dir und Charlie? Ich biss mir in die Innenseite meiner Wange, ehe ich antwortete. Wir haben uns mal sehr nahe gestanden. Nachdem wir die Schule beendet hatten, war sie weggezogen und wir hatten den Kontakt verloren. Ich hatte gehofft, dass wir uns hier irgendwie wieder näher kommen würden, aber ich trete einfach nur von einem Fettnäpfchen ins nächste. Ich wollte aus diesem Rückzugstrip so vieles lernen. Stattdessen fühle ich mich, als würde ich es kaum schaffen, meinen Kopf über Wasser zu halten. Er schwieg ein oder zwei Minuten und schien nachzudenken. Schließlich sagte er, manchmal können einen Situationen wie diese hilflos machen. Als ich ein Kind war, habe ich die meiste Zeit im Haus meines besten Freundes, Kevin, verbracht. Seine Mutter Carol war fast wie eine echte Mutter für mich. Eines Nachts hatte ich bei ihnen übernachtet und ein Feuer war ausgebrochen. Kevins Vater war nicht in der Stadt und seine Mutter stellte sicher, dass wir beide rauskamen, zusammen mit Kevins Schwester. Als sie aber zurückging, um die Katze zu retten, brach das Dach zusammen und fiel auf sie, seine Stimme füllte sich mit Emotionen. Sie hatte es nicht mehr rausgeschafft. Das tut mir so leid, murmelte ich. Deswegen bin ich Feuerwehrmann geworden. Es war die einzige Möglichkeit, wie ich aufhören konnte, mich hilflos zu fühlen. Er tippte seinen Hut an und zuckte mit den Achseln. Anstatt mich darauf zu konzentrieren, was falsch gelaufen war, entschloss ich mich, etwas zu tun, was ich richtig machen konnte. Wenn das überhaupt Sinn macht. Vielleicht musste ich aufhören, mich darauf zu konzentrieren, was falsch lief, und etwas nach meinen eigenen Standards richtig machen. Das tut es, ich fummelte an den Zügeln in meiner Hand und konnte nicht anders, als einen Schwall von Bewunderung für ihn zu empfinden. Er weinte nicht der Tatsache nach, dass seine Mutter ihn verlassen hatte, sondern akzeptierte die Liebe, die er im Leben bekommen hatte. In dem Moment zog sich mein Herz zusammen und ich wusste, dass ich ihn wirklich mochte. Sehr. Sie muss eine wundervolle Frau gewesen sein, wenn du sie in deiner Erinnerung so ehrst. Sie war die Beste, sagte er, seine Mundwinkel schossen nach oben. Einmal hatte ich erwähnt, wie meine Mutter mich verlassen hatte, und sie sagte: Menschen machen Fehler. Vergebe und gehe weiter, sonst lässt du dir all das Gute entgehen. Meine Mutter ist niemals zurückgekommen, aber ich befolgte Karols Rat und hörte auf, verbittert zu sein. Ich hatte nie begriffen, wie sehr mich diese Wut eigentlich beeinträchtigt hatte, bis ich alles losgelassen hatte. Den Rest des Weges ritten wir in angenehmer Stille und verabschiedeten uns dann voneinander. In der Limo saß ich vorne im Beifahrersitz auf dem Weg zurück in die Villa und der Fahrer fragte mich, wie der Ausritt war. Ich sagte, es sei eine wunderbare Erfahrung gewesen, und ich meinte es auch so. Greta hatte ein Catering-Dinner am Strand für den Abend geplant, aber aus irgendeinem Grund war sie mit Janine zurückgeblieben, anstatt mit mir, um alles zu arrangieren. Ich hatte schon vor Wochen alles mit Scottys Fischrestaurant abgesprochen, aber dass Greta mich jetzt durch Janine austauschte, weil sie es lieber hatte, dass sie die Vorbereitungen fürs Dinner traf, fühlte sich an wie ein Schlag ins Gesicht. Greta hatte nicht gewusst, dass ich Scottys beauftragt hatte, aber ich hatte sie Wochen zuvor gebucht, ehe ich überhaupt gewusst hatte, dass Greta eine Vorgeschichte mit Scotty hatte. Ich bezweifelte sowieso, dass sie überhaupt bemerken würde, wer das Essen liefern würde. Als wir am Haus ankamen, dufte ich und zog mir ein kleines schwarzes mit einem Wirbelrock an, ehe ich mich zum Strand aufmachte. Oben an der Treppe sah ich Brody auf mich zukommen und mein Atem verfing sich in meinem Hals. Er trug ein weißes Kragenshirt, das er sich in seine schwarze Hose gestopft hatte, und seine goldenen Haare waren nach hinten gekämmt, mit einigen Strähnen, die ihm über die Stirn fielen. Er sah mich und pfiff. Sie sehen bezaubernd aus, hübsche Dame. Danke, sagte ich und fühlte mich plötzlich schüchtern. Ich war in solcher Eile. Dass ich nicht einmal die Zeit gehabt hatte, ein Glätteisen für meine langen roten Strähnen zu benutzen. Ich war besorgt gewesen, dass sie in struppigen Wellen über meinen Schultern hingen, aber Brode schien kein Problem bemerkt zu haben. Freudentanz! Wir liefen zusammen die Treppe hinunter und der Szenerie, die sich vor uns ausbreitete, fehlte es kein bisschen an Spektakel. Das weiße Luxuszelt war mit kleinen Lichterketten geschmückt. Durch die offene Klappe sah ich die Tische, die mit wunderschönem China-Porzellan und Silberbesteck gedeckt waren. Die Gäste standen herum, hielten Champagner in ihren Tulpengläsern und unterhielten sich amüsiert. Ein kühler Wind blies durch die abendliche Luft und ließ mich erzittern. Brody legte einen Arm um mich und zog mich an seine Wärme heran und dieses Mal protestierte ich nicht. Wir hielten am Ende der Treppe an und ich schlug meine Wimpern auf und schaute ihn an. Sein Mundwinkel schoss nach oben, dann lehnte er sich nach unten und ich wusste, er würde mich küssen. Ein plötzlicher Schrei lenkte unsere Aufmerksamkeit weg und wir beide wichen im selben Moment zurück. Wir starrten uns einen Moment lang an und drehten uns dann langsam zu dem Gekreische. Greta stand außerhalb des Zeltes, ihre Hände auf den Hüften und mit bebendem Kinn, gegenüber einem attraktiven Mann, der mir komischerweise ganz bekannt vorkam. Das ist ein schrecklicher Fehler. Ein riesiger. Ich hätte dich niemals beauftragt, auch wenn dein Restaurant die letzte Quelle für Nahrungsmittel auf dem ganzen Planeten wäre. Ich meinte, was ich gesagt hatte, als ich ging. Ich möchte dich nie wiedersehen und darunter versteht sich auch dieser Moment. Ich bin auch nicht überglücklich darüber, dich zu sehen, antwortete der Mann und gestikulierte wild mit seinen Händen. Du bist die irrationalste Frau, die ich jemals getroffen habe, und wenn ich gewusst hätte, dass du hier sein würdest, wäre ich bestimmt nicht persönlich gekommen. Deine Organisatorin hat meinen besten Service für die Veranstaltung verlangt und das ist der einzige Grund, weshalb ich hier bin, um die Dinge zu beaufsichtigen. Ich habe ihren Namen irgendwo. Rollers Arm fiel zur Seite. Das ist mein Onkel Scotty Mitchell. Scottys Fischrestaurant das Essen für heute Abend? Mein Gesicht entledigte sich allen Ausdrucks. Oh, nein. Die Streiterei ging weiter und jeder von den beiden spie wieder einen noch beleidigenderen Kommentar aus, als ihn der andere soeben empfangen hatte. Die Szene kam einem so vor, als würde man sich ein Tennismatch ansehen, nur mit Worten anstatt mit einem Ball, die ausgeglichen hin und her flogen. Ich konnte nicht entscheiden, wer gewann. Brody schaute mich verwirrt an. Wieso ist Greta sauer auf Scotty? Ich hatte ihn vor dem Rückzugstrip beauftragt, bevor ich wusste, ich schlug meine Hände über mein Gesicht und seufzte, ehe ich mich traute, zu Brody hinaufzuschauen. Scotty Mitchell hat Gretas Herz gebrochen und sie dazu inspiriert, ihren Bestseller Männer, Wer braucht die schon? zu schreiben. Seitdem die beiden sich getrennt haben, hat sie an dem Buch Millionen verdient, indem sie Frauen davon überzeugt, dass sie keinen Mann brauchen. Du wirst das jetzt niemals glauben, Brody pfiff und legte dann beide Hände auf meine Schulter. Mein Onkel wurde vor einigen Jahren aus heiterem Himmel verlassen und ist nie über sie hinweggekommen. Siehst du, wie er vor Wut fast schäumt? Weißt du, woher all die Leidenschaft kommt? Mein lieber Onkel Scotty ist immer noch in Greta verliebt. Meine Hand hob sich langsam, um meinen Mund zu verdecken. Ich hatte keine Ahnung, was ich von Brodies Kommentaren halten sollte, aber ich wusste, dass ich tief in einem Schlamassel steckte. Es schien, als hätte Scotty Mitchell soeben seine Notizen darüber gefunden, wer seinen Catering-Service gebucht hatte, und er übergab Greta den Zettel. Sie las ihn, schaute vom Blatt Papier auf und ihr Blick wanderte langsam umher und landete schließlich auf mir. Schluck. Kapitel 12 Das Sonnenlicht strahlte durch mein Fenster und ließ mich beim Aufwachen blinzeln, badete mich in weichen, warmen Strahlen, die ein direkter Kontrast zu meinem Lebensstand waren. Jeder Muskel in meinem Körper zog sich zusammen und ich sehnte mich danach, lieber wieder ohnmächtig zu sein, als mich Greta's Zorn zu stellen. Nach dem gestrigen Schlagabtausch mit Scotty war sie verschwunden. Man könnte annehmen, ich dürfte froh sein, dass ich nicht gefeuert wurde, noch nicht, aber das Warten intensivierte nur das Kribbeln, das in mir aufquoll. Brody war gestern Nacht eine Riesenstütze gewesen, indem er sichergestellt hatte, dass alle sich vergnügten. Eine Menge der Frauen zeigte überraschende Besorgnis für Greta nach ihrem Ausbruch mit Scotty. Ich hatte nicht einmal bemerkt, dass sie Freundschaften geschlossen hatte. Viele der Damen fragten, ob sie helfen könnten, aber ich sagte ihnen, dass es vielleicht besser wäre, wenn man Greta etwas Freiraum ließe. Es schien so, als hätte sich jede Entscheidung, die ich für diesen Rückzugstrip getroffen hatte, in einen riesenballen Fehler verknotet. Ich hoffte, dass meine Entscheidung, Greta Freiraum zu lassen, nicht ihre Wut noch mehr anstachelte. Ich zog meine Decke fest über meinen Hals und meine Gedanken schweiften zu dem Ausritt mit Brody ab. Ich bewunderte wirklich die Art und Weise, wie er sich solch eine Situation aus seinem Leben genommen hatte und sie in etwas so Positives verwandelt hatte. Nicht nur hatte er seine Mutter niemals gekannt, er hatte auch die Frau verloren, die zu seiner zweiten Mutter geworden war. Ich wollte die Art von Mensch sein, die etwas Positives aus etwas scheinbar Hoffnungslosem machen konnte. Mit dem Gedanken im Hinterkopf setzte ich mich im Bett auf und schob mir die Decke vom Körper. Wieso sollte ich noch mehr Zeit damit verschwenden, mir über meine Freundschaft zu Charlie Sorgen zu machen? Es war Zeit, zu handeln und mit ihr zu reden und dieses Mal würde mich nichts davon abbringen. Ich zog mir eine Jogginghose über, dann schnellte ich zum Esszimmer, wo das Frühstück bereit stand. Auf dem Tisch waren Teller aus China-Porzellan, Besteck aus Sterling-Silber, Kristallkelche und eine üppige Auswahl an Frühstücksessen. Ein großer Kronlüchter hing von der Decke über dem Esstisch. Jedes Mal, wenn ich reinging, schaute ich auf die Fensterreihe, die einen überwältigenden Blick auf die Blue Moon Bucht bot, die so glitzerte, als sei sie mit funkelnden Diamanten versehen. Ich nahm mir einen Teller, glücklich darüber, Charlie weit am anderen Ende des Tisches sitzen zu sehen, die einen Bagel mit Räucherlachs, Kapern und Frischkäse aß. Sie nippte an dem Mimosa-Cocktail, als ich zu ihr rüberkam, und sie schaute auf und lächelte kurz. Ich sah das als ein ermutigendes Zeichen und stellte meinen Teller ab. Plötzlich starb ich fast vor Hunger und ich konnte es nicht erwarten, meine Eier, den Speck und Toast zu verschlingen. Ich atmete tief ein und fragte, was dagegen, wenn ich mich zu dir setze? Nicht im geringsten, sie zeigte auf die vielen leeren Stühle um sie herum. Nur ein paar der Damen waren überhaupt schon aufgestanden und die hatten ihre Teller mit raus auf die Terrasse genommen. Ich schaute runter auf meinen Teller und rümpfte die Nase. Wenn dieser Rückzugstrip vorbei ist, muss ich unbedingt ins Fitnessstudio. Ich kann nicht glauben, wie viel ich in letzter Zeit esse. Muss wohl am Stress liegen? Ich habe schon immer viel gefuttert, um meine Gefühle zu unterdrücken, wenn ich unter Stress stand. Erinnerst du dich, wie ich in der Higgs-Schule einen Vorrat an Minidonuts im Schließfach stehen hatte? Nach diesen zwei Wochen passe ich in keine meiner Klamotten mehr. Sie schaute mit einem amüsierten Lächeln auf dem Gesicht zu mir auf. Du siehst toll aus, Olivia. Ich würde mir wegen ein paar Extrapfunden keine Sorgen machen. Ermutigt von ihrer Unterstützung, kämpfte ich mich durchs Essen und nahm noch einen Bissen. Charlie, hör zu. Ich habe mich an unserem ersten Tag, als ich dich aus der Limo kommen sah, wie ein totaler Volltrottel benommen. Ich war nur aufgeregt, dich wiederzusehen. Ihr Blick fiel auf ihren Teller und ihre Mundwinkel glitten nach unten. Du meinst, weil Rex mich berühmt gemacht hat? Oder sollte ich lieber sagen unberühmt? Teilweise, gab ich zu und fühlte mich leicht lasch. Ich atmete tief ein und entschloss mich, komplett ehrlich zu sein. Du weißt noch, an dem Tag, als wir die Vertrauensübungen gemacht haben? Da habe ich begriffen, wie sehr du mir fehlst. Wir waren in der Higgs-Schule beste Freundinnen. Ich bereue es, dass wir den Kontakt verloren haben. Ihre mandelbraunen Augen wurden groß. Mir geht es genauso. Ehrlich, Adrenalin schoss durch mich hindurch. Ich war nicht einmal für dich da, als du durch deine Scheidung gehen musstest. Megan, Wendy und ich hatten darüber gesprochen, dich anzurufen. Wir wussten nur nicht, wie wir dich hätten erreichen sollen. Aber wir hätten hartnäckiger sein und einen Weg finden sollen. Das ist nicht eure Schuld, ihre Augen füllten sich mit Tränen. Es ist ja nicht so, als stünde meine Nummer im Telefonbuch. Und ich bin auch nicht in den sozialen Netzwerken, ich gehe dem Internet völlig aus dem Weg. Außerdem trage ich die gleiche Schuld daran, dass der Kontakt abgebrochen ist, sagte sie mit zittriger Stimme. Alles drehte sich so lange nur um Rex. Als er mich betrogen hatte, hatte ich mich so geschämt, dass ich mich vor niemanden aus der alten Clique traute. Du musst dich doch für nichts schämen, sagte ich entschlossen und griff nach ihrer Hand. Er ist doch der Schleimbolzen. Ein Teil von mir konnte nicht glauben, dass ich Rex Rockwell soeben Schleimbolzen genannt hatte, aber es fühlte sich gut an, meine Meinung auszusprechen. Sehr gut sogar. Es muss so schwer für dich gewesen sein, dass du das Gefühl hattest, Du könntest uns nicht kontaktieren. Ich wünschte mir wirklich, ich hätte für dich da sein können. Aber jetzt bin ich hier. Das bedeutet mir so viel, sie drückte meine Hand und wischte sich dann die Tränen weg, die ihre Wangen hinunterrollten. Ich habe dich vermisst. In meinem Hals war ein Knoten, als ich vom Stuhl aufsprang und meine Arme um ihre zierlichen Schultern schlug. Sie erwiderte gleich meine Umarmung und die Wände um uns herum stürzten ein. Ich habe dich auch vermisst, sagte ich und meinte jedes Wort. Als wir uns wieder auf unsere Stühle setzten, tupfte sie sich mit ihrer Stoffserviette die Tränen unter den Augen ab. Weißt du, ich bin auch nicht für dich da gewesen. Was musst du denn da mit deinen Eltern durchmachen? Ich bin da für dich, wenn du darüber reden möchtest, oder irgendetwas anderes, das dich beschäftigt. Mein Magen zog sich zusammen und ich atmete schwer ein. Wollte ich über all die Sachen reden, die sich seit der Ankunft hier aufgestaut hatten? Die Probleme drückten gegen eine Stahlwand, die ich so vorsichtig errichtet hatte, um den Schmerz drinnen zu behalten, aber der Damm brach ganz plötzlich. Mein Vater möchte nicht akzeptieren, dass die Beziehung zu meiner Mutter zu Ende ist, und das bricht mir das Herz, sagte ich leise. Das überrascht mich aber von deiner Mutter, sie legte ihr Kinn auf ihre Faust und schüttelte den Kopf. Deine Eltern waren immer schon so toll zusammen. Aber ich weiß, wie es ist, eine Ehe zu führen, die perfekt scheint und dabei in Wahrheit alles nur zerbröckelt. Es tut mir leid, Olivia. Mein Vater textet mir ständig und fragt mich um Rat, wie er meine Mutter zurückerobern kann. Es war sehr stressig und dann noch dieser Rückzugstrip. Es steht hier so viel für meine Karriere auf dem Spiel, ich biss mir in die Lippe, schaute mir über die Schulter, um sicherzustellen, dass Greta nicht reingekommen war. Ich redete leiser. Wenn ich Greta beeindrucken kann, dann habe ich mir mein Geschäft der Eventplanung für die kommenden Jahre gesichert. Aber so, wie die Dinge stehen, ich schüttelte hilflos meinen Kopf. Was meinst du, sie runzelte die Stirn. Ich denke, dass der Rückzugstrip wirklich gut läuft. Ich lege gern ein gutes Wort bei Greta ein, wenn du meinst, dass meine Meinung helfen kann. Ich lächelte sie dankbar an. Danke, ein gutes Wort von dir würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Sie scheint dich zu vergöttern. Kein Problem, sie klopfte auf den Tisch, als sei die Angelegenheit schon erledigt, aber dann machte sich ein schelmischer Ausdruck auf ihrem Gesicht breit. Jetzt sag mir aber eine Sache, auf die ich schrecklich gespannt bin. Was läuft da zwischen dir und diesem heißen Kerl, Brody? Ein kleines Lachen entwich mir. Und ich dachte, ich wäre so unauffällig. Ich weiß es nicht genau, aber ich mag ihn wirklich sehr. Ich denke, dass er mich auch mag. Wir haben schon vor dem Rückzugstrip miteinander geflirtet und er hat mich letzte Nacht fast geküsst. Oh, wow. Ich höre mich ja so außer mir an, als wäre ich in der siebten Klasse, nicht? Ihr Grinsen wurde breiter. Irgendwie schon, aber auf eine gute Weise. Jetzt bist du an der Reihe, mir zu sagen, was da mit deinem Feuerwehrmann läuft. Ich lächelte, denn ich hatte schon ganz vergessen, wie es war, alles in Sachen Typen mit Charlie zu teilen. Sein Name ist Wyatt. Ist das nicht ein perfekt normaler Name? fragte sie mit einem Funkeln in den Augen. Und er ist einfach so normal. Das sagte ich bereits, nicht, sie kicherte. Du ahnst schon, dass mir ein geregelter, normaler Alltag fehlt. Er ist sicher süß. Er ist auch, wie heißt das? Bescheiden. Ich war eigentlich noch nie mit einem bescheidenen Kerl zusammen. Rex war noch nicht einmal vor seiner großen Karriere bescheiden gewesen und jetzt hat sein Ego die Größe des Grand Canyon, sie legte sich eine Hand auf den Mund. Ich kann nicht glauben, wie gut es sich anfühlt, mit jemandem zu reden, dem man vollkommen vertraut. Meine Sicht trübte sich wieder. Ihr Vertrauen bedeutete viel, da sie ja offensichtlich Freunde hatte, die ihre Unterhaltungen an die Klatschpresse verkauften. Wieso dachte ich, Charlie und ich bräuchten Vertrauensübungen, wenn wir doch in Wahrheit schon vor Jahren unser Vertrauen zueinander gefestigt hatten. Egal wie viel Zeit verflogen war, wir kannten einander in und auswendig. Sie wurde eine Minute lang still. Ein komischer Ausdruck überkam ihr Gesicht, etwas bittersüßes. Du hast immer noch Gefühle für ihn, sagte ich sanft. Dumm, nicht wahr? Nach allem, was er mir angetan hat, sie fuchtelte mit ihrer Gabel herum und legte sie dann wieder ab. Ich werde vermutlich immer Gefühle für ihn haben. Als wir geheiratet haben, dachte ich, wir würden für immer und ewig zusammenbleiben. Aber in Wahrheit liefen die Dinge schon nicht mehr so toll, noch bevor er mich betrogen hatte, sie zuckte mit den Achseln und ließ den Kopf nach hinten fallen. Deswegen bewundere ich deinen Vater irgendwie, weil er versucht, deine Mutter zurückzuerobern, auch wenn du denkst, dass es vergebliche Liebesmühe ist. Er liebt sie immer noch, wieso sollte er aufgeben? So hatte ich das nicht gesehen, sagte ich. Die Dinge scheinen so unmöglich, aber du hast wahrscheinlich recht. Er wird es nicht wissen, wenn er es nicht versucht. Nach einigen Schweigemomenten nahm sie sich etwas von dem Lachs. Greta möchte, dass ich sie ein Buch über Rex schreiben lasse. Ein Enthüllungsbuch. Sie sagt immer wieder, dass das Erzählen meiner Geschichte sich heilend auf mich auswirken würde. Dass das Schreiben von Männer, wer braucht die schon? ihr geholfen hätte, für immer über ihren Ex hinwegzukommen. Sie sagt, dass ich nur die Geschichten teilen müsse und sie den Rest machen werde. Greta's merkwürdiges Telefonat kam mir wieder in den Sinn. Sie muss mit ihrem Verleger gesprochen haben, der sie wahrscheinlich dazu drängte, Charlie von diesem Enthüllungsbuch über Rex zu überzeugen. Gretas Name war bereits riesengroß, wenn man also noch einen Prominenten mit hineinmischte, würde das Buch garantiert ein Bestseller werden. Charlies angespanntem Gesichtsausdruck konnte ich entnehmen, dass sie hin- und hergerissen war, ob sie das Buch schreiben lassen sollte oder nicht. Und, wirst du zusagen, fragte ich. Ehrlich? Ich weiß es nicht, sagte sie und schüttelte ihren Kopf. Wie fielen in ein angenehmes Schweigen und es fühlte sich gut an, wieder mir Charlie zu sprechen. Ich wollte sie gerade fragen, mir mehr über das Enthüllungsbuch zu erzählen, als Greta reingelaufen kam. Wir beide drehten uns in ihre Richtung und dann rutschte mir mein Herz in die Kniekehlen. Anstatt perfekt zurechtgemacht, war sie von Kopf bis Fuß zerzaust. Keine Chance, dass sie zum Frühstück runterkam und dabei so aussah, es sei denn, etwas stimmte gewaltig nicht. Mein Traum war zum Scheitern verdammt. Kapitel 13. Vor einer Stunde war mir von der zerzausten Version von Greta, die ich beim Frühstück gesehen hatte, das Blut in den Adern vereist. Nicht nur musste ich mir darum sorgen machen, meinen Job zu behalten, jetzt musste ich auch sicherstellen, dass die Gastgeberin des Rückzugstrips nicht völlig zusammenbrach. Als ich aus der Dusche kam, erinnerte ich mich daran, wie Greta ins Esszimmer gekommen war, einen Teller mit Eiern voll haute, ihr Frühstück unberührt auf dem Tisch stehen ließ und dann schluchzend aus dem Zimmer rannte. Aus meiner selbstbewussten Mentorin war ein zitterndes Chaos geworden. Ich musste nach Greta sehen, um sicherzustellen, dass es ihr gut ging, aber die Frauen versammelten sich schon und warteten aufgeregt auf die heutige Übung. Ich band mir meine Haare zu einem niedrigen Pferdeschwanz am Nacken zusammen und dachte an die heutigen Aktivitäten, Entspannen, Tagebucheinträge und gemeinsames Brotbacken, Kapitel 7. Eine selbstbewusste Frau macht sich gesundes Essen und gibt dadurch ihrem Körper die Energie die sie zum Erfolg braucht, vielleicht sollte Greta einen Dutzend Leibe backen. Da wir in der Villa blieben, zog ich mir eine Jeans, ein weißes Oberteil und einen schwarzen Cardigan an. Um den Hals schnallte ich mir meine zarte Halskette mit einem vierblättrigen Kleeblatt, die Charlie Wendy, Megan und mir gleich nach dem Abschluss geschenkt hatte. Sie sagte, dass es Glück bringen würde, wenn wir die Ketten tragen und dass sie unsere Freundschaft für immer verbinden würde. Ich brachte die Kette aus einer Laune heraus mit und sie fühlte sich gut und richtig an, wie sie da so unter meinem Schlüsselbein hing. Zeit, um nach Greta zu sehen. Mit leichten Schritten lief ich den Flur hinunter zu ihrem Zimmer und klopfte leise an ihre Tür. Greta? Ich bin's, Olivia. Darf ich reinkommen? Wieso nicht? sagte sie in einem flachen Ton. Alarmglocken ertönten in meinem Kopf, aber ich schob die Tür auf und schlich hinein. Ich wusste, wie es sich anfühlte, wenn einem das Herz gebrochen wurde, und wusste auch, wie sich die Wut anstauen konnte, wenn man diesen Schmerz für sich behielt. Greta saß auf dem Bett, ihr dunkelhaariger Pony in alle Richtungen zerzaust. Sie trug eine Jogginghose und ein knittriges Oberteil, das sie zur Hälfte in die Hose gestopft hatte. Ihre Augen waren rot und geschwollen. Haufen von gebrauchten Taschentüchern umgaben sie auf ihrem Federbett und eine neue Packung lag auf ihrem Schoß. Sie sah nicht aus wie eine selbstbewusste, unabhängige Frau, die ganz gut ohne Männer klarkam. Sie sah aus wie eine Frau mit gebrochenem Herzen, die keine Ahnung hatte, wie sie die Scherben wieder aufsammeln konnte, um sich zu heilen. Ich lief an zerknüllten Verpackungen von Süßigkeiten und einer leeren Eiscreme-Schachtel vorbei, setzte mich dann zögerlich auf ihr Bett. Oh, Greta! Gibt es irgendetwas, das ich tun kann? fragte ich so sanft wie möglich. Sehe ich okay aus? Sie drehte ihren Kopf und starrte mich nichtssagend an, hob dann ihre Hand und machte an ihren Haaren rum. Ich versuchte, an etwas Nettes zu denken, was ich über ihr Aussehen sagen könnte, und scheiterte kläglich. Ich bemerkte eine gebundene Ausgabe ihres Buches auf dem Nachttisch, welches mit einem Schuh darauf geöffnet gehalten wurde und einen roten Fleck auf einer der Seiten hatte, der wie Wein aussah. Das war schlecht. Ich räusperte mich. Ich denke, du würdest dich viel besser fühlen, wenn du aufstehen, unter die Dusche gehen und dich anziehen würdest. Es ist genau wie in Kapitel 6, eine selbstbewusste Frau, die bestmöglich aussieht, fühlt sich auch dementsprechend, jetzt geh dich mal zurechtmachen, während ich dein Zimmer aufräume. Ist das ein guter Plan? Als Antwort darauf ließ sich Greta nach hinten aufs Bett fallen und seufzte. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht denken, ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, hatte ich ihr nicht soeben gesagt, was sie tun sollte. Ähm, ich griff mir Männer, wer braucht die schon? Vom Nachttisch, blätterte durch die Seiten und versuchte, etwas zu finden, um diese Situation in den Griff zu bekommen. Ich schaute auf Kapitel 1. Unabhängigkeit von den Männern, nein, den Test hatte sie bereits nicht bestanden. Kapitel 2. Konzentriere dich auf dich selbst, genau, die Masse von Süßigkeitenpapier sagte mir, sie jetzt nicht alleine zu lassen. Ich blätterte durch mehr Seiten und blieb bei Kapitel 3 stehen. Konzentriere dich auf Freundschaften. Anscheinend war das ihre einzige Meinung. Da ich die einzige hier war, hing sie mit mir fest. Ich schloss das Buch. Schau mal, ich weiß, dass es aufwühlend war, Scotty wiederzusehen, aber manchmal tut es gut, über Dinge zu sprechen. Denk an Kapitel 3 und konzentriere dich auf Freundschaften. Ich bin da für dich. Das sind wir alle, ich hielt inne und fragte mich, ob sie mir überhaupt zuhörte. Dann blinzelte sie und Tränen liefen ihr über die Schläfen. Dein Buch hat so vielen Frauen geholfen, Greta. Es hat mich nach meinem Beziehungsausgerettet. Ich verstehe, was du fühlst. Aber du bist unsere Anführerin. Du musst dich zusammenreißen, weil jeder hier dich als seinen geistigen Guru empfindet. Greta drückte sich einen Bausch Taschentücher an die Brust. Wie kann ich denn jemanden leiten? fragte sie. Schau mich an. Ich bin doch eine totale Heuchlerin, jaulte sie und griff dann hinter ihr Kissen und zog einen halb aufgegessenen Schokoriegel an ihren Mund heran. Sie biss ab. Nein, du bist keine Heuchlerin, log ich, war dann schockiert, als sie den Rest der Schokolade in sich hineinstopfte, während sie auf dem Rücken lag. Oh, ich hoffte so, sie würde sich daran nicht verschlucken. Ich war mir nicht sicher, wie gut ich das heimlich Manöver ausführen konnte. Würdest du dich bitte hinsetzen? Erstaunlicherweise folgte sie den Anweisungen, als sie sich das letzte Stück des Riegels in den Mund stopfte. Ich habe Scotty diese ganze Zeit vermisst. Ihn jetzt wiederzusehen. Ich fühle mich, als würde ich innerlich sterben, sie griff nach einer Handvoll Taschentüchern. Vergrub ihre Nase darin, blies und machte ein Geräusch wie ein Nebelhorn. Ich möchte ihm gleichzeitig vergeben und ihn erwürgen. Ich bin so armselig. Oh, Greta, sagte ich, als ich mich neben sie aufs Bett setzte. Wir alle fühlen uns manchmal so wegen eines Mannes, aber das heißt doch nicht, dass du armselig bist. Ich streckte meine Hand aus, um ihre zu nehmen, und sie klammerte sich an mich. Als eine weitere Runde Weinkrämpfe durch ihren Körper tobte. Als sich diese Frau in meinen Armen verkrampfte, dachte ich über Männer, wer braucht die schon? Nach. Das Buch hatte mich gerettet, als ich Kraft gebraucht hatte. Jetzt brauchte Greta Hilfe und es kam nicht in Frage, sie hängen zu lassen. Ich tätschelte ihren Rücken. Es wird aller wieder gut, Greta. Du wirst schon sehen. Sie wischte sich ihre rote Nase mit einem Taschentuch, setzte sich dann hin und tupfte auf ihren geschwollenen Augen herum. Kann ich dir was sagen, Olivia? fragte sie. Natürlich kannst du, sagte ich. Scotty gestern Nacht zu sehen, hat mich zerschmettert, sie hielt inne und schüttelte den Kopf. Aber ich möchte nicht, dass eine der anderen Frauen erfährt, dass ich am Boden zerstört bin. Es ist zu peinlich. Ich drückte ihre Hand. Du sprichst in deinem Buch über die Macht des Teilens und der Beichte. Sie lächelte zittrig. Da kommen meine eigenen Worte wohl auf mich zurückgeknallt. Na ja, du bist eine weise Frau, ich lächelte zurück und dachte daran, wie wütend sie letzte Nacht aussah, was mich daran erinnerte, dass Brody gesagt hatte, dass Greta mit Scotty Schluss gemacht hatte und nicht andersherum. Ich hielt meinen Atem an, in der Hoffnung, ich würde mit meiner nächsten Frage keine Grenzen überschreiten. Darf ich fragen, was zwischen dir und Scotty passiert ist? Wieso habt ihr beiden Schluss gemacht? Greta's Augen weiteten sich und sie führte eine Hand an ihre Brust. Ich habe noch nie mit jemandem über unsere Beziehung gesprochen. Das wird sich lächerlich anhören, weil es von einer Bestseller-Autorin kommt, die über Selbstvertrauen predigt. Aber ich habe niemanden, mit dem ich ehrlich reden kann. Ich habe nicht wirklich, ich habe keine Freunde. Während ich sie anstarrte, zog sich etwas in meiner Brust zusammen und meine Lippen bebten. Wenn Liebeskummer zuschlug, fühlte ich mich immer allein, auch wenn ich Freunde hatte. Ich ergriff die Gelegenheit und sagte, du hast mich, Greta. Ich werde deine Freundin sein. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, als sie meinen Blick erwiderte. Schließlich stand sie auf und nahm etwas aus einer Schublade. Dann gab sie mir ein eingerahmtes Foto eines attraktiven Pärchens, das sich in die Augen schaute. Wir waren zwei Jahre zusammen, als Scotty ein Boot kaufte. Ich fühle mich deswegen so dumm, aber ich dachte, er wäre nahe dran, um meine Hand anzuhalten. Das dachte ich zumindest, bis ich ihn mit einer wunderschönen Frau auf seinem neuen Boot sah. Er und ich hätten uns später in der Nacht treffen sollen, aber ich war zu früh dran und habe die beiden zusammen erwischt. Sie hatte eine Flasche Champagner in der Hand und zwei Tulpengläser in der anderen, so dass ich wusste, dass es ein romantisches Rendezvous war, ihr Kiefer spannte sich an. So sehr ich ihn auch geliebt hatte, ich konnte mit Untreue nicht klarkommen. Ich wollte nicht wie meine Mutter enden. Das tut mir so leid, sagte ich und schaute runter auf das Foto von dem glücklichen Pärchen, das ich in meiner Hand hielt. Ich habe an dem Abend mit ihm Schluss gemacht, sagte sie, ihre Stirn schlug falten. Ich habe ihm nicht die Genugtuung gegeben und ihm gesagt, dass ich ihn erwischt hatte, also sagte ich ihm, dass ich mich auf meine Karriere konzentrieren müsste. Er hatte zumindest den Anstand, aufgewühlt zu erscheinen. Ja, sogar am Boden zerstört. Er hatte mich unendlich viele Male angerufen, aber ich habe seine Anrufe nie angenommen. Mit Scotty Schluss zu machen, war die härteste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Das kann ich mir vorstellen, ich gab ihr das Foto zurück und fragte mich, ob es denn möglich war, dass Scotty Greta betrogen hatte. Obwohl, das nächtliche Rendezvous mit dieser Frau hörte sich schon ganz schön belastend an. Brody schien sich über Scottys Gefühle sicher zu sein du könntest Scotty ja anrufen und ihm erzählen, was in dieser Nacht passiert ist. Sag ihm, wie du dich fühlst, was du gesehen hast und was du eigentlich wolltest. Eine selbstbewusste Frau kommuniziert immer, was sie will, nicht wahr? Schlägst du etwa vor, ich solle ihm seine Untreue vergeben, ihr Ton schoss raketenmäßig in die Höhe. Ich kann nicht jemandem vergeben, der mich derart verraten hat. Was, wenn es wieder passiert? Nein, einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger. Ich hatte Scotty nur aus der Entfernung gesehen, aber er kam mir nicht als ein Typ vor, der eine Frau betrügen würde. Nicht, dass ich eine Expertin war oder so. Wenn er nicht fremdgegangen war, wer war dann die Frau auf dem Boot mit ihm gewesen? Ich versuchte, mir einen Weg einfallen zu lassen, um sie davon zu überzeugen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, als sie meine Arme packte und einen Ausdruck verzweifelter Entschlossenheit trug. Ich bin in meinen Handlungen momentan nicht zurechnungsfähig, wenn meine Emotionen so unbeständig sind. Du musst den Date-Entzug ganz übernehmen. Behandle mich einfach so, wie du jede andere Frau auf diesem Rückzugstritt behandeln würdest, sagte sie, fast fieberhaft. Wie das, was du für Amy gemacht hast, als du sie aus der Bootskabine geholt hast, weg von Piet. Mein Gesicht wurde heiß. Ich schätzte, ich hatte Greta's Auffassungsgabe total unterschätzt. Ich kann nicht glauben, dass du das gesehen hast. Ich hatte danach ein langes Gespräch mit ihr darüber, was es heißt, unabhängig zu sein. Genau, sie nickte rasch und nahm dann ihr Exemplar von Männer, wer braucht die schon? und hielt sich das Buch an die Brust. Sie streichelte es, als wäre es ein kleines Haustier. Du musst mich an alles erinnern, was ich in diesem brillanten Buch geschrieben habe und mich davon überzeugen, dass ich Scotty nicht in meinem Leben brauche, um glücklich zu sein. Ich bin jetzt so schwach. Wenn du mir nicht hilfst, könnte ich ihn anrufen. Zu einem Fremdgeher zurückgekrochen zu kommen, würde mein Selbstvertrauen für immer zerstören. Versprich mir, dass du mich retten kannst, Olivia. Wieder einmal wollte ich ein Gespräch mit Scotty Mitchell vorschlagen, aber sie griff meinen Arm. Der wilde Blick in ihren Augen sagte mir, dass sie am Rande eines totalen Zusammenbruchs stand. Sie sagte, dass es sie völlig zerstören würde, wenn sie wieder mit Scotty Kontakt aufnehmen und er sein Fremdgehen bestätigen würde. Ehm, nein. Das ließ mir keine Wahl. Nicht nur musste ich den Rest des Rückzugstrips alleine hinbekommen, sondern ich musste auch unsere Anführerin wieder aufbauen. Wenn ich als professionelle Eventplanerin versagte, dann gehörte ich vielleicht wirklich für immer ins The Market und Piper Lewis hatte recht damit, von oben herab auf mich zu schauen. Das war keineswegs eine Option, mit der ich hätte leben können. Also atmete ich tief ein und schüttelte die zitternde Hand meiner Mentorin. Du kannst dich auf mich verlassen, Greta. Das verspreche ich. Kapitel 14. Ich hielt mein Wort, indem ich Greta am nächsten Tag aus dem Bett zerrte, trotz ihrer Proteste, ich solle sie zu einem dunklen Ball zusammenschrumpeln lassen, der nie wieder das Tageslicht erblicken wollte. Das Gute war, dass sie nicht herumjammerte oder Scotty anrufen wollte, also dachte ich, wir würden Fortschritte machen. Unsere nächste geplante Aktivität hatte mit dem ersten Kapitel zu tun, Unabhängigkeit von den Männern, basierend auf meiner neuen Auffassung, dass das Buch Männer, wer braucht die schon? In einem Zustand der Rage geschrieben worden war, berücksichtigte ich, wie weise es wäre, einer wütenden Greta ein Drehkreuz in die Hand zu geben, das wir zum Reifenwechseln brauchen würden. Ich hatte noch nie zuvor einen Reifen gewechselt, noch wollte ich es wirklich lernen. Aber ich hatte online recherchiert und mir Anleitungsvideos angeschaut. Ich hatte unsere Nachbarn eingeladen, sich zu uns zu gesellen, aber das meinte nicht den Willenbesitzer, Scotty Mitchell. Greta würde dieser heißen Versuchung sicher nicht widerstehen können. Oder sie würde ein weiteres Schreimatch mit ihm beginnen. Keine der beiden Optionen verhieß Gutes. Jede von euch hat ein Auto zugeteilt bekommen. Meine Damen, ich stand am Eingang und zeigte in Richtung der elf Autos, die für die Übung die Auffahrt hinauffuhren. Dann schaute ich auf und sah, dass die Nachbarn in unsere Richtung kamen. Ich sah Brody sofort, aber er sah mich nicht gleich. Er und Wyatt redeten über etwas, während sie zu uns schlenderten, und sein Mundwinkel hob sich wegen etwas, was Wyatt zu ihm gesagt hatte. Plötzlich schaute er rüber und unsere Blicke trafen sich. Elektrische Pfeile knallten durch meinen Bauch und der Atem verließ meine Brust. Wenn man von Versuchungen spricht. Njam. Ich wollte nicht einmal widerstehen. Aber traurigerweise musste ich Greta beweisen, dass sie keine Heuchlerin war. Wie viele von euch haben schon mal einen Reifen gewechselt, fragte ich, als alle sich um mich herum versammelten. Überraschenderweise hob keine der Frauen die Hand, aber alle Männer schon. Kein Wunder, dass Stereotypen gesund und munter in Blue Moon Bay verweilten. Nun gut, nach dem heutigen Tag werden alle die Hände heben. Mein Blick schoss zu Greta, die meinen Ratschlag angenommen hatte und Jeans und eine Bluse trug. Ihre Haare waren in einen einfachen Pferdeschwanz gebunden. Außer den dunklen Rändern unter ihren Augen sah ihr Gesicht gefasst aus und sie schien in Ordnung. Nicht wie eine Frau, die immer noch wegen ihres Ex am Boden zerstört war, auch wenn sie schon vor einigen Jahren Schluss gemacht hatte. Ich musste Brody fragen, ob er noch etwas darüber erfahren hatte, was zwischen Scotty und Greta vorgefallen war. Benutzt bitte die laminierten Anleitungen, die Janine euch ausgehändigt hat, sagte ich mit einer Kopie in meiner Hand. Denkt auch daran, dass unsere Nachbarn wegen der Erfrischungen hier sind, und um anschließend zu plaudern, sie sind nicht hier, um euch mit der Aufgabe zu helfen. Viel Glück! Es brach das übliche Rumoren und Chaos aus, als die Frauen zu den ihnen zugeteilten Autos gingen. Ich schaute rüber zu Greta, erleichtert, sie in Richtung des Autos laufen zu sehen. Komischerweise vermisste ich die übliche gebieterische Attitüde und wie sie mich liebest nannte. Ich ging zu dem mir zugeteilten Auto, ein kleines, rotes, sportliches Kopie. Nachdem ich die Anleitungen gelesen hatte, öffnete ich den Kofferraum und nahm mir das Drehkreuz, den Wagenheber und den Reservereifen. Ich entfernte die Radkappe und passte das Drehkreuz auf die erste Schraube an, als Brody zu mir rübergeschlendert kam. Er sah mich still an, während ich versuchte, das Drehkreuz zu drehen, die Radmutter aber nicht abgehen wollte. Mit einem Seufzer schaute ich zu ihm auf. Du weißt, was ich falsch mache, nicht wahr? Er machte eine Drehbewegung mit seinem Finger. Gegen den Uhrzeigersinn. Ich schaute wieder auf meine Anleitung. Ja, er hatte recht. Ich lächelte. Ich wusste das. Ich teste dich nur. Schon klar, lächelte er und kam dann näher heran, als ich das Kreuz in die richtige Richtung drehte. Ich wusste nicht, dass es so reizvoll sein kann, einer Frau beim Reifenwechseln zuzusehen. Auch wenn er über einen Reifen redete, schoss ein Zittern durch mich hindurch. Warte ab, bis ich den Wagen anhebe, spaßte ich und wackelte mit meinen Augenbrauen. Der Klang seines Kicherns schickte einen Anflug von Wärme durch mich und plötzlich erinnerte ich mich, dass meine Eltern sich unter ähnlichen Umständen kennengelernt hatten. Weißt du, so hat meine Mutter meinen Vater getroffen. Auf einem Rückzugstrip, fragte er und steckte seine Hände in die Hosentaschen. Nein, mit einem Plattenreifen, sagte ich, während ich die nächste Schraubenmutter löste. Nur, dass meine Mutter tatsächlich einen Platten hatte. Sie war an Halloween zur Arbeit gefahren und hatte sich als sexy Baseball-Schiedsrichterin verkleidet. Schwer mir das vorzustellen, aber sie waren damals auf dem College. Wie dem auch sei, sie fuhr rechts ran, hatte einen Platten und mein Vater hielt an, um ihr zu helfen, erinnerte ich mich lächelnd an die Geschichte. Papa sagte, sie hatte Finesse und mochte Baseball, die perfekte Kombination. Dein Vater hört sich etwas romantisch an. Oder er war es zumindest mal, sagte ich und ein Gefühl der Trauer quälte in mir auf. Sie trennen sich jetzt, erinnerst du dich? Meine Mutter sagte, sie wollte wieder verliebt sein. Was auch immer das bedeuten soll. Mein Vater kauft ihr Blumen und versucht, sie glücklich zu machen. Es ist traurig. Ich weiß, sagte er, kam näher und streichelte mein Kreuz auf eine sehr wohltuende Weise. Wenigstens hat dein Vater nicht aufgegeben. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät für sie. Alles war so perfekt, aber jetzt. Ein qualvoller Schrei schoss durch die Luft, gefolgt von einem lauten Klirren eines Drehkreuzes, das auf den Bürgersteig fiel. Ich drehte meinen Kopf schnell genug, um zu sehen, wie Greta sich die Hände vor den Mund hielt, dann ins Haus lief, als Tränen ihr Gesicht runterliefen. Was war das denn? fragte Charlie vom Auto neben mir aus. Sie wird schon klarkommen, sagte ich, laut genug. Dass es jeder hören konnte, da sie alle aufgehört hatten, an ihren Reifen zu arbeiten. Eigentlich saß Amy auf ihrem Reservereifen und plauderte mit Pete. Sie hielt sich sowas von nicht an die Anweisungen. Ich zeigte auf meinen Reifen. Lasst uns unsere Aufgabe beenden und dann eine Erfrischungspause machen. Charles schaute mich bedeutungsvoll an, aber ich ließ das Thema gut sein, wissend, dass viele der Frauen zu diesem Rückzugstrip gekommen waren, um sich von einem gebrochenen Herzen zu erholen, genau wie Charlie und ich. Greta brauchte jetzt etwas Privatsphäre. Entweder das, oder sie hasste es bloß, Reifen zu wechseln. Ich konnte Brodies Blick auf mir spüren und konnte mir schon denken, dass er wusste, was nicht stimmte, da er ja den Streit zwischen Greta und Scotty vor einigen Nächten mitbekommen hatte. Mann, sie war wirklich aufgewühlt. Ja, sehr schade, sagte ich, stellte den Wagenheber unter das Auto, bewegte ihn an verschiedene Punkte, bis Brody auf die Unterseite des Autos bei der Beifahrertür zeigte. Ich lächelte ihn dankbar an, dann pumpte ich den Hebel rauf und runter, um den Wagenheber zu betätigen. Ich spürte einen Andrang von Freude, als sich das Auto und der Reifen vom Boden hoben. Ich schaute auf zu Brody. Ich habe so langsam den Dreh raus. Gute Arbeit, sagte er und schaute mich dann fragend von der Seite an. Ich konnte seinem Ausdruck entnehmen, dass er nicht über das Thema Greta hinweg war. Ich würde so viel riskieren, indem ich ihre persönlichen Informationen teilte, aber ich wusste, dass ich Brody vertrauen konnte. In dem Moment entschloss ich mich, ihn einzuweihen. Mit dem Reifen in der Luft, meiner Wenigkeit sei Dank, Juhu. Drehte ich die Mutter zu Ende auf und ging dann zur nächsten über? Greta ist ziemlich aufgewühlt, weil sie Scotty wiedergesehen hat. Ich glaube, es sind alle Gefühle von der Trennung wieder hochgekommen, ich atmete ein. Sag ihm das bitte nicht, aber sie denkt, er hätte sie betrogen. Seine Stirn runzelte sich. Niemals. Er ist nicht so. Ich grübelte und plapperte dann impulsiv aus, meinst du? Du könntest mir einen Gefallen tun? Schieß los. Ich führte jeweils eine Hand an die Seiten des platten Reifens und nahm ihn ab. Als Greta mir von der Trennung mit Scotty erzählt hat, hat sie das Boot erwähnt, das er damals gekauft hat, und sie hat ihn auf diesem Boot mit einer anderen Frau gesehen. Spät nachts, wenn du verstehst, was ich meine. Ich kenne das Boot, sagte er. Er wollte es eigentlich nach seiner Freundin benennen. Nachdem sie sich getrennt hatten, nannte er es bittersüß. Ich sag's dir, er ist nicht über sie hinweg. Er sah mich an und legte den Reservereifen an. Ich fühle mich lahm, wenn ich nur hier herumstehe und überhaupt nicht helfe. Du bist meine moralische Unterstützung, ich grinste ihn listig an, schaute auf meine Anleitung und begann dann, die Muttern im Uhrzeigersinn zu drehen. Könntest du herausfinden, ob er sich mit jemandem getroffen hat? während er mit Greta zusammen war oder nicht? Vielleicht gibt es ja eine logische Erklärung dafür, wieso die Frau mit ihm auf dem Boot war. Obwohl, spät nachts hört sich ziemlich verdächtig an. Meinst du nicht? Klar, das kann ich machen. Jetzt musst du mir aber auch einen Gefallen tun. M. Ähm, meine Stirn runzelte sich und ich schielte wieder auf meine Anleitung, um meine Antwort hinauszuzögern. Ich zog den Griff des Wagenhebers, steckte ihn dann wieder hinein und drehte langsam gegen den Uhrzeigersinn und entließ den Hydraulikdruck, während das Auto auf dem Boden stand. Dann nahm ich das Drehkreuz und begann, jede Mutter festzuziehen. Was für einen Gefallen? fragte ich, während ich zu ihm hinaufschaute. Seine blauen Augen durchbohrten mich. Geh mit mir aus! Es kribbelte in mir und ich zitterte. Auch wenn ich wollte, ich konnte während des Rückzugstrips auf kein Date gehen. Wie heuchlerisch wäre ich denn? Aber als ich mich umsah, sah ich einige der anderen Frauen mit ihren neuen Bekannten reden, sogar Charlie und Wyatt. Wenn ich nicht mein ganzes Leben lang auf der Hut sein wollte, vielleicht sogar verbittert wie Greta, musste ich mich öffnen und auf ein Date gehen. Ich wurde mit dem Zudrehen der letzten Mutter fertig und tippte mir dann mit dem Drehkreuz gegen meine andere Handfläche. Ich öffnete meinen Mund, um Nein zu sagen, plapperte dann aber aus: Ja, ich würde sehr gerne mit dir ausgehen, Brody. Er blinzelte einmal, zweimal, dann schossen seine Mundwinkel nach oben. Ich lächelte zurück. Wenn meine Mentorin einen Zusammenbruch haben konnte, während ich einen Autoreifen wechselte und dafür sorgte, dass der Rückzugstrip reibungslos verlief, dann verdiente es diese unabhängige Frau auch, sich aussuchen zu können, sich einen Abend Auszeit mit Brody zu nehmen. Kapitel 15. Während ich auf Brody wartete, der mich an dem Abend vor der Villa abholen wollte, änderte ich die Meinung über unser Date hunderte Male. Sicher, ich hatte mich nach draußen geschlichen und sichergestellt, dass mich keine der anderen Frauen sah, aber das hieß nicht, dass ich nicht ertappt werden würde. Bei Greta's momentanem Zustand hatte ich keine Ahnung, wie sie reagieren würde, wenn sie wüsste, dass ich mit Brody ausging. Sie nannte vorher Männer das Böse in Person, also nehme ich an, ihre Reaktion wäre nicht so gut. Charlie war die einzige Person, die wusste, wohin ich ging. Sie schien eigentlich sehr aufgeregt über die Tatsache zu sein, dass ich mich rausschlich, und behauptete, das würde sie an unsere Tenierjahre erinnern. Ich hatte sie gebeten, mich anzurufen, falls ein Notfall eintreffen würde, und sie willigte auch ein, Greta im Auge zu behalten. Was, wenn Greta wieder losheulen würde und Charlie sie nicht beruhigen könnte? Was, wenn Greta mich wollte? Ich hatte mich gerade selbst davon überzeugt, Rodi anzurufen und abzusagen, als er in einem großen schwarzen Truck vorfuhr. Er hüpfe aus dem Auto von der Fahrerseite, kam herüber zur Beifahrerseite und öffnete mir die Tür. Ich konnte nicht aufhören, an dich zu denken. An uns. An heute Abend. In meinem Bauch fuhr eine Achterbahn. Wie hätte ich nach dem Spruch Nein sagen können? Ich auch, sagte ich, stieg in seinen Truck. Die Frauen schrieben heute Tagebucheinträge, sodass der Rückzugstrip offensichtlich einige Stunden ohne mich auskommen konnte. Ich schnallte mich an. Er fuhr weg von der Villa, die lange Straße hinunter, weg von den Klippen. Ich habe uns einen Tisch im neuen Restaurant im Inn in Blue Moon Bay reserviert, ich habe so viel Gutes über deren Essen gehört, er grinste. Wieso lächelst du? Meiner Freundin Wendy gehört das Hotel, ich schaute hinaus auf die Klare Bucht, als wir eine Kurve nahmen und durch eine Baumreihe fuhren. Du hast sie an der Theke im Scottys kennengelernt. Ihr Freund Max hat soeben das Restaurant eröffnet. Ich bin mir sicher, es ist fantastisch. Er grinste mich an. Die Welt ist klein. Die Fahrt in der frühen Abenddämmerung ließ alles um mich herum romantisch und warm wirken, auf eine benommene Weise. Als ich diese Woche begonnen hatte, hatte ich nicht nach einem Date gesucht und sicherlich nicht nach einer Romanze. Da fragte ich mich, als ich einen Seitenblick auf Brody erhaschte, ob er wirklich so süß war, wie er schien. Nicht die Art von Mann, der mich wegen seiner Ex sitzen lassen würde, sobald ich mal kurz nicht aufpasste. Aber da draußen musste es ja nette Jungs geben. Mein Vater war ein Netter. Wendys Freund war umwerfend. Brody hatte sogar gesagt, dass Wyatt und Scotty gute Kerle seien. Da konnte ich nur hoffen. Als wir im Wallet Park Service vor dem Restaurant hielten, half Brody mir aus dem Truck. Er neigte sich zu mir und flüsterte, ich wusste, dass Wendy das Hotel gehört. Ich habe aufgepasst. Ein kleines Zischen schoss durch mich. Er hatte aufgepasst. Wegen mir. Ach ja, lächelte ich und liebte das Kribbeln seines warmen Atems an meinem Ohr. Statt einer Antwort grinste er nur. Als wir ins Restaurant kamen, war ich glücklich zu sehen, wie gut es geworden war. Das Restaurant war lang und schmal an der Seite, die zur Bucht sah, hatte Fenster an drei Seiten, mit einem spektakulären Blick auf die Bucht. Die Wände waren blassgrün und grau gestrichen, passend zu den Möbeln, dem Teppich und der verschnörkelten Tapete an der Hinterwand. Herr Mitchell, wir haben Sie schon erwartet, sagte die Hostess und unterbrach damit meine Gedanken. Sie führte uns in eine kuschelige Nische, die eine Sicht über die Bucht bot, die rot, orange und gelb in der untergehenden Sonne glitzerte. Sie legte die Speisekarten vor uns hin und die Weinkarte vor Brodi. Darf ich Ihnen einen Cocktail bringen? fragte ein junger Mann, der wie aus dem Nichts aufgetaucht war. Brody schaute mich an und hob seine Augenbrauen. Blue Moon Breeze, Olivia? Ein kleines Lachen entfloh mir. Ich erinnerte mich, dass das mein Ich bin nicht mehr zu haben, drink gewesen war und ich war mir nicht mehr sicher, wie mein derzeitiger Beziehungsstatus war. Ich rümpfte die Nase. Ich warte und schaue in die Weinkarte. Ich ebenfalls, sagte er. Der Mann nickte. Lassen Sie sich Zeit. Brody schien meine Gedanken lesen zu können, denn er sagte, du bestellst nicht deinen Drink für unabhängige Singlefrauen? Ich faltete meine Hände auf dem Tisch. Stichelst du mich damit die ganze Nacht? Es ist mein heimliches Vergnügen. Außerdem, wenn die Auswahl deines Getränks unseren Abend in Gefahr bringen könnte, dann brauche ich eine Vorwarnung. Was, wenn ich dich zum Abschied küssen wollen würde? Ich schmolz ein bisschen dahin und es wurde mir warm um den Bauchnabel. Mich küssen? Wie lange war es her, dass ich richtig geküsst worden war? Mein heimliches Vergnügen sind Realities, sagte ich im Versuch, das Thema zu wechseln und die Hitze davon abzuhalten, mir ins Gesicht zu steigen. In Ordnung, sagte er, gab mir zu wissen, dass er wusste, dass ich das Thema absichtlich gewechselt hatte und ließ mich ohne eine Antwort auf seine Frage davonkommen. Realities sind doch so ein vorhersehbares heimliches Vergnügen. Du kannst mir ruhig dein wahres heimliches Vergnügen sagen. Ich kann ein Geheimnis für mich behalten. Mein Gesicht wurde heiß. Verflixt. Ich versuchte mit mir zu vereinbaren, ob ich mein heimliches Vergnügen gestehen sollte oder nicht. Aber eine unabhängige Frau wäre nicht peinlich berührt. Gut, sagte ich, lehnte mich nach vorn und legte meine Hände flach auf den Tisch. Ich liebe es, in meinem Pyjama zur Musik der 90er zu tanzen. Manchmal singe ich auch, aber meine Stimme reißt sehr oft, so dass ich die Nachbarn nicht so sehr quälen möchte. Na, das ist es doch, wovon ich rede, grinste er und öffnete die Weinkarte. Wir machen mal zusammen eine Danceparty. Meine Stimme kann auch die höchsten Noten knacken. Ich würde dir zu gerne dabei zusehen, wie du das Tanzbein schwingst, während du zu den Spice Girls singst, sagte ich lachend. Ich versuche es lieber mit REM. Jeder hört sich gut an, wenn er deren Musik singt, stellte er fest. Wir lachten, bis der Kellner zurückkam, und wir wählten eine passende Flasche Wein zu unserem Abendessen. Wir beide hatten das Lachs Special bestellt und ich war erstaunt darüber, wie viel wir doch gemeinsam hatten. Während des Essens schien er mich aus meiner Schüchternheit und Unsicherheit herauszuziehen, brachte mich dazu, verrückte Dinge mit ihm zu teilen, die eigentlich nur meine besten Freundinnen über mich wussten. Als der Nachtisch an unseren Tisch kam, fühlte ich mich mit ihm vollkommen entspannt. Und ein Teil meiner Gedanken verweilte bei der Vorstellung, diese vollen Lippen zu küssen. Erzähl mir von Männer. Wer braucht die schon? Sein Ton war für so ein ernstes Thema ziemlich gelassen. Dann machte er sich ran an das Stück Apfelstrudel. Welcher Mann hat dich zu so einem extremen Buch bewegt? Du fragst mich das doch jetzt nicht wirklich, oder? Ich aß eine Gabel voll Himbeer-Schokoladenkuchen ohne Mehl, war deprimiert, dass er mich dazu brachte, an meine Vergangenheit mit Hunter zu denken. Brody und ich hatten so eine tolle Zeit zusammen gehabt. Ich hasste es, unseren Spaß mit dem Zurückdenken an meinen Ex zu zerstören. Als Brody mich anstarrte, seufzte ich. Was soll ich sagen? Hunter schien wie der perfekte Mann zu sein, bis er zu seiner Ex zurückgegangen ist. Er zuckte zusammen. Autsch. Deswegen hat es dich also gestört, mich mit Taylor zu sehen. Ich schaute mir auf die Hände, wollte nicht laut zugeben, dass ich auf irgendjemanden eifersüchtig war. Ehrlich gesagt war ich mehr von der Idee über Hunter begeistert, ich wedelte mit meiner Gabel. Freund aus der Kindheit kehrt aus der großen Stadt zurück, attraktiv und erfolgreich, ich atmete aus. Hörte sich reizend an. Hat mich überrascht, als er mich sitzen gelassen hat. Er hatte all diese Pläne für die Zukunft, aber ich nehme an, dass er diese Pläne jetzt mit ihr verwirklicht, ich zuckte mit den Achseln, schob mir dann einen weiteren Bissen in den Mund. Wie sieht es mit dir aus? Wieso hat deine letzte Beziehung nicht gehalten? Sein Blick hielt meinen. Taylor ist ein toller Mensch, aber ich habe sie nicht geliebt. Oh, sagte ich und krümmte mich innerlich. Kurz und bündig. Die arme Frau. Ich konnte mir nicht vorstellen, einen Mann wie Brody in meinem Leben zu haben und ihn dann zu verlieren. Männer, wer braucht die schon? wäre nicht genug, ich müsste in ein Frauenkloster oder so. Mein Herz zwickte, als ich in seine wunderschönen blauen Augen sah, aber wie konnte ich denn sicher sein, dass er irgendjemanden lieben konnte? Vor allem mich. Ich hatte ihn auf Abstand gehalten, seit ich ihn kennengelernt hatte, aber plötzlich hinterließ der Gedanke daran, ihn nicht zu kennen, einen Schmerz in meiner Brust. Wenn man über Ironie sprach. Woran denkst du? fragte er, legte sich dabei sein Kinn auf die Faust. Ich stelle mir vor, wie du Makarena in deinem Pyjama tanzt, spaßte ich, brach die trübe Stimmung und legte meine Gabel auf den leeren Teller. Ich musste nach vorne schauen und mir nicht ums Drama Sorgen machen. Einfach Spaß haben. Das wird so ein Augenschmaus. Brody kicherte, während er die Rechnung bezahlte, auch wenn ich darauf hingewiesen hatte, dass eine unabhängige Frau ihre Mahlzeit selber bezahlen könnte. Er konterte, dass ich mein Geld für Tanzunterricht im Stil der 90er aufheben sollte, weil er sich auf unser Tanzduell freute. Er brachte mich zum Lachen und als er vorschlug, einen Spaziergang am Strand neben dem in zu machen, willigte ich glücklich ein. Er nahm meine Hand, während wir den windigen Weg um das Restaurant herum und entlang der hinteren Seite des Hotels der Weg war auf beiden Seiten beleuchtet, bis wir den gestutzten Rasen erreichten, der sich in Richtung der Klippen erstreckte. Wir schritten in Stille die Pflasterstufen hinunter und erreichten den Strand. Unter dem sanften Mondlicht rollten schwarze Wellen auf das Ufer zu und schlugen mit Fingern aus weißem Schaum auf den Sand. Es ist wunderschön, sagte ich. Er hielt inne und schaute in meine Richtung. Du bist wunderschön, Olivia. Ich zog ihn nach vorn, die Angst zu fallen und dass mich dabei möglicherweise niemand auffangen würde, fraß mich innerlich auf, also hielt ich meine Füße in Bewegung. Ich wollte nicht wie Greta sein, oder mein Vater, oder Charlie. Aber sogar jetzt wusste ich, dass ich mich in Brody verliebte. Wir bogen zum Strand ab und kamen an einem bekannten Denkmal an, das gegen die Klippen gedrückt war und die Legende von Blue Moon Bay erzählte. Ich hatte die Tafel viele Male in meiner Jugend gelesen, in der Hoffnung, dass die Magie auf mich überspringen würde und auf den Freund, den ich in dem Moment hatte. Ich kannte die Worte auf der Tafel in- und auswendig. Was ist das? fragte Brody, als wir beim Denkmal stehen blieben. Du warst noch nie hier, fragte ich und sah, wie er seinen Kopf schüttelte. Meine Finger fuhren über die bronzefarbenen Buchstaben und ich konnte Hitzekribbellen auf meiner Haut spüren. Das ist die Legende von Blue Moon Bay. Ich liebe diese Story. Meine Freundinnen und ich haben uns früher verkleidet und die Legende aufgesagt, in der Hoffnung, unser Prinz würde kommen, ich seufzte zufrieden. Es ist so romantisch. Die romantische Ader musst du wohl von deinem Vater haben, er lächelte, sein Rücken zum Mondlicht gedreht. Und Schatten zeichneten sich auf seinem Gesicht ab. Dann drehte er sich zu den Worten, die unter dem kleinen, auf dem Denkmal befestigten Licht leuchteten. Er las, ein Kuss, genau hier unter dem blauen Mond, führt zu einer Liebe, die für immer hält. Er blickte zu mir herunter. Tolle Sache. Ich zitterte, liebte den warmen Klang seiner Stimme, während er die Worte aufsagte, die ich so gut kannte. Ich presste meine Hände gegen den Rand der Tafel, schlug meine Wimpern auf, bis mir in die untere Lippe. Liest du noch den Rest der Geschichte? Er nickte und legte seinen Arm um meine Taille. Dann las er weiter. Erfahrt die Geschichte zweier junger Menschen, der Tochter von Einheimischen und des Sohnes von Urlaubsgästen, die sich an genau diesem Strand hoffnungslos ineinander verliebten. Als ihre Eltern von deren Beziehung erfuhren, verboten sie ihnen, sich weiterhin zu treffen. Seine Eltern meinten, die Tochter aus einer Arbeiterfamilie sei unter dem Niveau ihres Sohnes, und ihre Eltern befürchteten, der Skandal könne ihr Geschäft ruinieren. Aber in der Nacht, bevor die Familie zurück nach Hause fuhr, schickte der Sohn eine Nachricht an die Tochter und sie trafen sich hier unter den Sternen. Sie hatten sich geschworen, ein Jahr lang aufeinander zu warten, bis er 18 und ein Mann werden würde, solange könnten sie sich heimlich schreiben und er würde sich schon einen Weg einfallen lassen, wie sie zusammen sein könnten. Die junge Frau wusste, dass ihre Eltern das niemals zulassen würden. Sie gehorchte ihren Eltern immer und war nie stark gewesen, sich gegen deren Wünsche zu stellen, nicht einmal für die vollkommene Liebe, die sie mit ihm teilte. Mit gebrochenem Herzen verabschiedeten sie sich an genau dieser Stelle voneinander. Ein blauer Mond hing am Nachthimmel und strahlte auf ihren letzten Kuss hinunter, als sie sich versprachen, sich für immer zu lieben und sich niemals zu trennen, wie sie es tragischerweise taten. Als er mit dem Lesen fertig war, konnte ich in seine Stirn runzeln sehen. Das war nicht die Reaktion gewesen, die ich erwartet hatte, also runzelte sich meine Stirn ebenfalls. Was? Meinst du nicht, das ist romantisch? fragte ich. Diese Legende war eines meiner liebsten Schätze aus Blue Moon Bay. Wir hatten so viel gemeinsam, aber jetzt war ich wirklich überrascht, dass er die Geschichte nicht so sehr mochte wie ich. Sein Griff um meine Taille wurde fester. Ehrlich gesagt ist die Geschichte irgendwie traurig. Zwei verliebte Menschen, die keinen Weg finden können, zusammen zu sein. Tragisch. Ich drückte seinen Arm. Die Traurigkeit macht ja gerade die Legende so romantisch. Ihre perfekte Romanze wurde durch die Missgunst ihrer Eltern zerstört. Auch wenn sie nicht zusammen sein konnten, schworen sie sich doch ewige Liebe. Und ich bin mir sicher, dass sie sich auch wirklich auf ewig liebten. Plötzlich wich Brody von der Tafel zurück und blickte aufs Ufer. Das einzige Geräusch war das rhythmische Gebrause der Wellen, die gegen das Ufer brandeten und mein pochender Puls zwischen meinen Ohren. Ich fühlte mich kalt und leer ohne Brody's Arm um mich. Ich schritt zu ihm nach vorn. Brody. Er drehte sich um und sah mich an. Wenn ich eine Frau so sehr lieben würde, würde ich sie niemals verlassen. Mein ganzer Körper kribbelte von der Leidenschaft in seinem Ton. Ich finde, das ist eine schöne Empfindung, sagte ich und schlüpfte meine Hände in meine Jackentaschen, um sie warm zu halten. Aber man weiß nie, was das Leben einem bringt. Jemanden im Herzen zu behalten, so wie die beiden es getan haben, das ist die wahre Liebesprüfung. Dem stimme ich nicht zu, sagte er, als er sich auf mich zubewegte. Er nahm mein Gesicht in seine Hände, fest. Nichts auf dieser Welt könnte mir die Frau nehmen die ich liebe. Ich schluckte, mein Herz pochte gegen meine Rippen. Die Luft zwischen uns fühlte sich so dick und elektrisiert an. Stell dir vor, heute Nacht wäre ein blauer Mond. Wie würde deine Legende ausgehen? Mein Herz raste fast aus meiner Brust heraus und die Worte hingen da, warteten auf eine Antwort. Sein linker Mundwinkel schoss nach oben. Es waren einmal ein Mann und eine Frau. Ich zog meine Hände aus meinen Jackentaschen, presste sie gegen seine Brust, als er mich näher an sich heranzog. Das ist ein schöner Anfang. Ich bin nicht fertig, seine Hände wanderten zu meinen Schultern, drückten sie, ehe sie meine Taille umfassten. Sie hatten sich unter bizarren Umständen kennengelernt. Zuerst hatte die Frau das Gefühl, dass Daten sich mit ihrer Karriere kreuzen würde. Aber nachdem sie ihn etwas besser kennengelernt hatte, Konnte sie seinem Charme nicht widerstehen? Lachen Blutbärte in meiner Brust. Er hört sich bescheiden an. Definitiv seine Mundwinkel zuckten. Der Mann und die Frau tanzten um ihre Gefühle herum, bis sie eines Nachts auf eine Legende mit tragischem Ausgang stießen. Sein Gesichtsausdruck wurde nüchtern. Das ließ den Mann begreifen, dass er es nicht zulassen konnte, dass ihre Geschichte dasselbe Schicksal erfährt. Mein Atem verfing sich in meinem Hals, als er seinen Kopf neigte, sein Mund gegen meine Wange strich. Meine Haut prickelte und mein Magen flatterte unkontrolliert. Ich mag dich, Olivia, seine Stimme hörte sich weich und angespannt an, ließ mich darüber nachdenken, ob sein Herz genauso pochte wie meines. Genug, um dich besser kennenlernen zu wollen. Ich schlug meine Wimpern auf, mein Herz pochte jetzt ganz wild. Was machten wir? Was sollte ich sagen? Aber ich wusste, dass es in Brody anders aussah. Ich dich auch. Die Ränder meiner Augen kräuselten sich. Er neigte sich näher an mich, unsere Münder waren einander so nahe, dass ich die Wärme seines Atems auf meinen Lippen spüren konnte. Ich hielt meinen Atem an und stand vollkommen still. Die kleinste Bewegung und sein Mund wäre auf meinem. Aber er wartete, ließ jedes Nervenende in meinem Körper sich mit Erwartung füllen, bis ich dem Verlangen in mir nachgeben musste. Ich wölbte mich in seinem Griff um meine Taille. Ohne noch einmal nachzudenken, presste ich meine Lippen gegen seine. Sobald sein Mund meinen traf, explodierten Feuerwerke in meinem Bauch und ein kleiner Laut entfloh mir. Oh, wow! Seine Lippen fühlten sich auf meinen heiß und fest an, seine Finger vergruben sich in meine Taille, als er seinen Kopf zur Seite neigte und meine Lippen mit seiner Zunge spreizte. Rodi schmeckte köstlich, nach Äpfeln und Wein in Flammen. Ich wollte mehr von ihm. Er murmelte süße Worte in mein Ohr, während wir uns immer und immer wieder küssten. Ich wusste nicht, wie lange wir schon da am Ufer gestanden hatten, vielleicht eine Stunde, vielleicht mehr, aber als wir endlich voneinander abließen, Vibrierte meine ganze Brust immer noch. Ich konnte nicht mehr leugnen, dass ich mich in Brody verliebt hatte. Er hielt mein Herz in seinen Händen, ob ich das nun wollte oder nicht. Ich ergab mich und schlug ich meine Arme um seinen Hals. "Jetzt erzähl mir, was in deiner Legende als nächstes passiert", flüsterte ich. Mein Blick wanderte durchdringend über sein hübsches Gesicht. Den nächsten Teil erfinden wir zusammen, sagte er und strich mir eine Strähne von der Wange hinter mein Ohr. Er drückte mir einen Kuss auf die Schläfe und zog mich dann näher zu sich heran, seine Wange ruhte auf meinem Kopf. Ich schloss meine Augen und versank in ihn, eingehüllt in seine Wärme, als er ein beruhigendes summendes Geräusch von sich ließ. Ich hatte die Woche damit verbracht, mir Gründe dafür auszudenken, wieso ich in meinem Leben keine Romanze brauchte. Und doch war mein Herz schließlich geschmolzen. Ich wusste nicht, was passieren würde, wenn ich zurück in die Villa ging, aber für jetzt kostete ich diesen Moment aus. In den Armen des anderen unter dem hellen Mondschein kuschelte ich mich tiefer in Brodis Arme, meine Wange an seine starke Brust angelehnt. Ich horchte seinem rhythmischen Atem und dem beständigen Puls, beruhigend wie die Wellen, die gegen das Ufer rollten. In diesem Moment war nichts anderes wichtig. Ich fühlte, wie mich die Magie einer neuen Legende umgab, das Versprechen vollkommener Liebe, die niemals enden würde. Kapitel 16 Mein Date mit Brody letzte Nacht hatte mich beflügelt. Jetzt war an diesem Morgen die Realität wieder da und ein Gefühl des Grauens kam über mich. Gretas Kummer wegen Scotty fühlte sich an, als würde ich in den Spiegel sehen. Wir alle waren schon mal an dem Punkt. Ihr momentaner Zustand der Trauer erinnerte mich an die Kehrseite des Risikos, das ich mein Herz verschenkte. Als die Frauen langsam ins Esszimmer zum Frühstück kamen, sah ich hinaus auf den spektakulären Ausblick auf die Bucht. An dem Morgen war der einheimische Windsegelverein draußen gewesen mit voller Gewalt, so dass das glitzernde blaue Wasser mit Farbe betröpfelt war. Die sich durch die brechenden Wellen an den Böen vorbeidrückte und den salzigen Geruch durch unsere offenen Fenster hineinkommen ließ. Ich hatte den Keterer gefülltes French Toast in verschiedenen Geschmacksrichtungen zubereiten lassen und es gab frisch gepressten Orangensaft mit einer Note von Zitronenschale. Die Kombination brachte den Zitrusgeschmack zu so einem hohen Grad, dass ich mich immer fühlte, als hätte ich zehn Orangen gegessen. Ich brauchte diesen Energieschub. Nachdem ich so spät mit Brody draußen geblieben war, gerade als ich den letzten Bissen meines Tiramisu-French-Toasts verspeiste, hörte ich Schniefen hinter mir. Ich drehte mich um und sah Greta in einem grauen Jogginganzug und mit einem schlampigen Pony. Ihre Augen und die Nase waren rot und Tränen flossen über ihre Wangen. Ehe ich mit ihr sprechen konnte, hockte sich Erin neben sie und reichte ihr ein Taschentuch. Greta? Geht es dir gut? Du bist sehr nett, sagte Greta. Sie nahm das Taschentuch an, drückte das weiße Papier in ihre Hand und begann gleich darauf hinzuschluchzen. Ich, er, ihre Schultern zitterten und sie konnte keinen ganzen Satz zusammenbekommen. Aaron schaute rüber zu mir und mein Blick schoss augenblicklich durch den Raum. Janine fing meinen Blick und eilte herüber. Kann ich helfen? Ja, ich lehnte mich nah an ihr Ohr, sodass die anderen nichts hören konnten. Ich muss mit allen darüber sprechen, was heute auf dem Plan steht. Würdest du Greta in ihr Zimmer bringen? Sie scheint heute Morgen nicht in der Laune für irgendwelche Aktivitäten zu sein. Etwas ist los und sie hat mich gebeten, sie genauso zu behandeln wie die anderen Gäste. Sicher, was immer du brauchst, antwortete Janine mit einem warmen Lächeln. Ich lächelte zurück. Lass sie sich bitte umziehen und zurechtmachen. Dann ließ ihr ein Kapitel aus Männer, wer braucht die schon? Als Inspiration vor. Hoffentlich fühlt sie sich besser, wenn du fertig bist. Danke dir so sehr. Kein Problem, antwortete sie und legte dann einen Arm um Greta und half ihr aus dem Zimmer raus. Mein Herz brach wegen meiner Mentorin. Ich konnte immer noch nicht glauben. Dass wir die Rollen getauscht hatten. Aber ich hatte ihr ein Versprechen gegeben und ich würde nicht zulassen, dass der Rückzugstrip in sich zusammenbrach, während sie trauerte. Sie würde mir niemals vergeben. Vielleicht wären heilende Fähigkeiten größer, wenn sie sich erlauben würde, vor den anderen Frauen zu trauern, anstatt alleine durch ihren Herzschmerz zu gehen. Plötzlich machte es absolut Sinn, dass mein Vater mich so häufig anrief. Er trauerte und nahm deswegen immer wieder Kontakt zu mir auf, auf seine eigene Weise, indem er sich an Hoffnung klammerte. Ich musste Greta die Hoffnung geben, dass sie auch heilen würde. Als Janine und Greta nicht mehr in Sicht waren, klatschte ich in die Hände, um die Aufmerksamkeit von allen zu bekommen. Heute wird es super spaßig. Als Antwort erhielt ich ein paar gehobene Augenbrauen und verstohlene Blicke. Mein Gesicht verziehend fuhr ich fort. Diesen Morgen nehmen wir uns etwas Zeit für uns selbst und führen Tagebuch darüber, was uns wirklich glücklich macht. In unserer tiefsten Seele. Am Nachmittag teilen wir uns in Teams auf und machen einen Sandburg-Wettbewerb am Strand. Hört sich das nicht toll an? Sophia ließ einen befürwortenden Laut von sich. Ich bin dankbar für jede Gelegenheit, mich in der kalifornischen Sonne baden zu können. In Wyoming gibt es keinen Strand. Einige der Damen kicherten. Der Raum verfiel wieder der Stille, als alle zurück zu ihrem Frühstück kehrten. Ich fühlte eine unausgesprochene Frage die Luft durchdringen, aber ich war versessen darauf, Gretas Privatsphäre so gut es ging zu schützen. Also spielte ich den Mädels am Esstisch ein neues Thema zu. Wie sieht es mit den heißen Versuchungen aus? Meint ihr, der Rückzugstrip gibt euch die nötige Kraft, einem Mann zu widerstehen und unabhängiger zu werden? Sobald die Worte aus meinem Mund gekommen waren, dachte ich an mein Date mit Brody. Wie ich beim Abendessen mit ihm lachte, Hand in Hand mit ihm über dem Strand lief, wie wir uns beim Denkmal geküsst hatten. Ich hatte der Versuchung überhaupt nicht widerstanden, aber das Komische war, dass ich mich überhaupt nicht schwach fühlte. Ich fühlte mich mächtig. Ich werde antworten, da ja sonst keiner will. Aaron sah in die Runde und einige der Frauen sahen peinlich berührt aus. Manche von uns haben geredet. Wir sind hier, um unabhängig zu werden, aber keiner von uns möchte nach dem Rückzugstrip zur Einsiedlerin werden. Greta spricht nicht wirklich darüber, aber bedeutet denn unabhängig sein, dass wir keine Männer in unserem Leben haben dürfen? Ehe ich antworten konnte, fiel Amy ein, ich hatte mich dasselbe gefragt. Männer, wer braucht die schon? Hat mich gerettet, als ich Kraft brauchte, um über meine Trennung hinwegzukommen, und Greta ist offensichtlich ein wahres Genie, sie hielt inne und alle am Tisch nickten, murmelten zustimmend. Aber was ist, wenn wir einen Typen treffen, mit dem es was Ernstes werden könnte? Macht uns das weniger unabhängig? Ich stimme Aaron und Amy zu, Sylvie saß auf der gegenüberliegenden Seite und trommelte mit ihren manikürten Fingern auf den Tisch. Ich habe hier die Zeit meines Lebens. Euch alle kennenzulernen, zum ersten Mal einen Fisch zu fangen und sogar einen Reifen am Wagen zu wechseln, sie lachte, ein sanfter, melodischer Klang. Der ganze Sinn des Rückzugstrips ist doch, dass wir lernen, uns auf uns selbst zu verlassen, nicht wahr? Aber ich bin vollkommen in der Lage, mich auf mich selbst zu verlassen und trotzdem einen Freund zu haben. Irgendwann werde ich ja sowieso jemanden treffen, den ich mag. Ihr habt alle einen guten Punkt, nickte ich, wusste nicht, was ich ihnen antworten sollte. Während es schien, dass die Frauen Greta's Nachricht laut und deutlich verstanden hatten, waren ihre Fragen vollkommen begründet. Ich hatte mich auch gefragt, inwiefern Dates mit Unabhängigkeit zusammenhingen. Es gibt kein Kapitel in Greta's Buch darüber, wie man neue Beziehungen handhaben soll. Vielleicht wird die nächste Ausgabe ein neuer Bestseller, spaßte ich. Die Frauen lachten und begannen, das Thema miteinander zu diskutieren. Ich begriff jetzt, dass Greta nicht erwähnt hatte, was nach der Unabhängigkeit passierte, weil sie selbst nicht über ihren Ex hinweg war. Offensichtlich hing sie immer noch an Scotty, so dass sie nicht darüber hinwegkommen und eine neue Liebe finden konnte. Sie war unabhängig und alleine geblieben. Trotzdem sagte mir das nicht, was Brody und mich erwartete. Sogar wenn ich mir die Lektionen aus Greta's Buch zu Herzen genommen hatte, hatte ich mich irgendwo auf dem Weg in Brody verliebt. Welche Führung konnte ich denn dann diesen Frauen geben, die ganz legitime Fragen über das Leben nach dem Rückzugstrip hatten? Greta sollte ein Buch mit dem Titel schreiben, Unabhängig und jetzt? Oder irgendwas in der Artikel. Sobald sie natürlich ihr eigenes Leben auf die Reihe bekommen hatte. Als die Unterhaltung beendet wurde, hob ich meine Hände. Hoffentlich werden all eure Fragen am Ende des Rückzugstrips beantwortet werden. Hört sich an wie das perfekte Thema zum Nachdenken für unsere Aufgabe mit den Tagebucheinträgen. Nicht wahr? Ich schreibe wahrscheinlich alle meine Seiten voll, Sylvie lächelte mich an. Ich erwiderte ihr Lächeln. Lasst uns alle darüber nachdenken, was uns generell glücklich macht. Dann denken wir darüber nach, wie das mit unserer neu gewonnenen Unabhängigkeit zusammenhängt, sagte ich und dachte danach, wie Brody mein Abendessen bezahlt hatte, sein Geschenk mich aber kein Stückchen Unabhängigkeit vermissen ließ. Diejenigen, die möchten, können ihre Antworten teilen, bevor wir runter zum Strand gehen? Hört sich spaßig an, Ehrens Gesicht leuchtete auf und dann hielt sie inne. Gesellen sich unsere Nachbarn zum Sandburg-Wettbewerb zu uns? Nicht heute, ich schüttelte meinen Kopf und wollte gerade etwas mehr über den Sandburg-Wettbewerb erzählen, als Janine ins Zimmer eilte. Hey? Wieso war sie nicht bei Greta? Sobald ich ihren Gesichtsausdruck diese geweiteten Augen und den offenen Mund gesehen hatte, war mir mein Herz in die Knie gerutscht. Ich drehte mich zu den Damen. Entschuldigt mich bitte eine Minute. Danke, Olivia, sagte Janine mit einem eingefrorenen Lächeln auf ihrem Gesicht, das mehr als nur etwas angsteinflößend aussah. Als wir im Flur und außer Hörweite waren, griff sie sich meinen Arm. Da ist ein Anruf für dich auf dem Festnetz. Die Person sagte, sie konnte dich auf dem Handy nicht erreichen, und es gibt eine Art Notfall. Meine Gedanken schossen zu meinem Papa. Ich wusste, dass die Scheidung unausweichlich war, aber vielleicht hatte ihm meine Mutter endlich die Papiere serviert. Beim Gedanken daran schwindelte es mir. Janine drückte mir den Hörer in die Hand, sah mich mitfühlend an und ging weg. Hallo, sagte ich mit zittriger Stimme. Olivia? Erika hier. Erleichtert darüber, dass es kein Notfall mit meinem Vater war, frage ich mich, was die Managerin von The Market von mir wollte. Ihre Stimme aus der wahren Welt störte meinen luxuriösen Rückzugstrip wie ein nicht willkommener Gast. Was könnte es zwischen gefrorenen Hummerschwänzen denn für einen Notfall geben? Ich blieb im Flur. Hallo, Erika. Was gibt's? Desaster im Paradies, stöhnte sie, ihre normalerweise ruhige Stimme hallte durch den Hörer wieder. Ich bin in Michigan bei einem Begräbnis und zwei Mitarbeiter aus der ersten Schicht haben eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Niemand kann sie vertreten, du musst sofort deren Schicht übernehmen. Ich hielt das Telefon etwas weg vom Ohr, unfähig zu glauben, wozu sie mich soeben aufgefordert hatte. Tut mir leid, Erika. Du hast mir diese zwei Wochen für den Rückzugstrip freigegeben. Ich kann hier nicht weg. Schau mal, sagte sie mit angespannter Stimme. Ich weiß, dass du versuchst, ein neues Geschäft aufzubauen, und ich bewundere dich auch dafür und alles. Aber wir haben bei der Arbeit eine Krise und das hat Vorrang, ihr Ton ließ keinen Raum für Diskussionen. Wenn du nicht in den nächsten 30 Minuten kommst und diese Schicht übernimmst, dann bist du gefeuert, Erika legte auf, ohne mich noch ein Wort sagen zu lassen. Meine Hände zitterten, als ich den Hörer auflegte. Ich konnte meinen Job im The Market nicht verlieren, Greta war inmitten eines großen Nervenzusammenbruchs, also konnte ich nicht wirklich darauf bauen, dass sie mich als Eventplanerin für die nächsten Veranstaltungen einstellen würde. Ich hatte 30 Minuten, um zum The Market zu kommen, oder meine Haupteinkommensquelle wäre Futsch. Ich hoffte nur, dass das nicht das Ende meines Traumes bedeutete. Kapitel 17. Immer noch vom Telefongespräch zitternd, überließ ich Janine die Aufsicht über das Tagebuchprojekt und lief hinaus, um schnell etwas frische Luft einzuatmen und mich zu beruhigen. Die Sonne schien durch die großen, belaubten Palmenbäume, die die Auffahrt zierten und einen ruhigen Effekt zauberten, der die Aufruhr in meiner Brust verspottete. Die Fragen vom Frühstück paarten sich mit dem Anruf aus The Market und erinnerten mich daran, dass es außerhalb dieses luxuriösen Rückzugstrips auch noch das echte Leben gab. Olivia's Occasions zu einem Erfolg zu machen, war die einzige Wahl, die mich glücklich machte, aber ich brauchte den Job in The Market, bis mein Geschäft in die Gänge kommen würde. Die Arbeit in der Fischabteilung war langweilig und mühsam, um nicht zu sagen, sie stank und nicht nur mir, aber das Gehalt ermöglichte mir finanzielle Investitionen, einschließlich Werbung für Olivia's Occasions. Als ich aber zu dieser Erkenntnis kam, fand ich mich Brodies Auffahrt hinauffallend und an die Eingangstür klopfend. Ich wartete, bis ich Schritte kommen hörte, und die Angespanntheit in meinem Magen wechselte in ein erwartungsfreudiges Kribbeln. Brody öffnete die Tür, und als er mich sah, breitete sich sein Grinsen zu einem Lächeln aus, das meine Knie weich werden ließ. Ich hatte gerade an dich gedacht, sagte er, küsste mich und schlug seine Arme um mich. Hast mich schon vermisst, was? Mehr als du ahnst, sagte ich und vergrub mich in die Stelle zwischen seinem Nacken und der Schulter. Das war genau das, was ich in dem Moment gebraucht hatte. Ich atmete seinen salzigen Ozeanduft ein, der indizierte, dass er heute Morgen wohl schon surfen war. Olivia? Er drückte seine Lippen gegen meine Schläfen, legte dann sein Kinn auf meinen Kopf. "Bedrückt dich etwas?" Ich schaute hinauf zu ihm, überrascht. "Woher weißt du das? Du bist angespannt, zitterst." Er massierte sanft meine Schultern. "Außerdem siehst du aus wie jemand, dem man sein Exemplar von Männer, wer braucht die schon, abgefackelt hat." Er grinste über seinen eigenen Spaß, aber mir fehlte die Energie zum Lachen. Was ist los, reizende Dame? Ich muss zur Arbeit, ich sah zu, wie er eine Augenbraue hob, und fügte hinzu, zu meinem Teilzeitjob im The Market. Sie haben einen Notfall, und wenn ich nicht gehe, werde ich gefeuert. Scheint in letzter Zeit meine Lebensgeschichte zu sein. Kann ich etwas für dich tun? fragte er. Vielleicht können wir uns später treffen? Ich spielte mit dem Rand seines kurzärmligen T-Shirts, meine Finger streiften seinen warmen, muskulösen Arm. Gänsehaut. Und du und die Jungs könntet Janine mit dem Sandburg bauen helfen. Wird erledigt. Kannst du zum Abendessen weg, fragte er und strich mir eine Strähne hinter mein Ohr. Wir könnten uns wieder wegschleichen, damit du nicht beim Daten mit deiner heißen Versuchung erwischt wirst. Ich kicherte und fühlte mich schon erleichtert. Beim Rückzugstrip ist Zeit für sich nach dem Abendessen eingeplant. Also denke ich, dass ich mich heute Nacht zum späten Abendessen rausschleichen kann, wenn das funktionieren sollte. Greta ist immer noch so aufgewühlt darüber, Scotty gesehen zu haben, dass ich wahrscheinlich den ganzen restlichen Rückzugstrip wegbleiben könnte und sie würde es nicht bemerken. Hast du schon mit ihm reden können? Er schüttelte seinen Kopf. Nein. Wir waren ziemlich beschäftigt, er hielt einen Moment inne. Ich habe einen weiteren Anruf von Heather erhalten, der Witwe unseres Kapitäns. Sie hat mir auf die Mailbox gesprochen, sagte, dass sie sich fragte, ob ich die Asche schon über den Ozean verstreut hätte. Ich muss sie zurückrufen. Ich berührte seine Wange. Tut mir leid. Lass mich wissen, wenn ich irgendwie helfen kann. Das bedeutet mir sehr viel, er räusperte sich. Ich sag dir Bescheid, wenn ich mit ihr gesprochen habe. Ich treffe Scotty heute zum Mittagessen, also habe ich dir hoffentlich beim Abendessen etwas über die mysteriöse Frau auf dem Boot zu erzählen. Danke, dass du das machst, sagte ich. Das hilft auch Scotty, sagte Brody. Nach der Trennung war er eine sehr lange Zeit am Boden zerstört. Ich denke nicht, dass er eine andere Frau auch nur angesehen hat, geschweige denn auf einem Date war. Vielleicht wird ihm das helfen, damit abzuschließen, auf die eine oder andere Artikel. Meine Stirn runzelte sich. Das hört sich nicht nach jemandem an, der fremd gehen würde. Wie ich schon sagte, er ist ein guter Kerl, er spielte mit einer langen Strähne meines Haares. Als ich deiner Freundin in der Bar sagte, ich hätte nur Augen für rothaarige, hatte ich keine Ahnung, wie sehr ich das meinte. Er presste seine Lippen auf meine und gab mir einen weichen, süßen Kuss. Ich küsste ihn zurück, wich dann mit einem Seufzen zurück. Ich mach mich lieber auf den Weg. Ich habe noch etwa zehn Minuten, um bei der Arbeit zu sein. Ansonsten, du weißt schon, ich verdrehte meine Augen und schüttelte meinen Kopf. Es war traurig, wie meine Berufe sich am Rande voneinander bewegten. Aber ich würde meinen Traum nicht loslassen. Du denkst dran, Scotty nach der Frau auf dem Boot zu fragen? So subtil ich kann, versprach er. Obwohl, ich sollte dich warnen, das wird so sein, als sei ein Elefant im Porzellanladen. Na ja, ich bezweifle ernsthaft, dass es die Situation verschlechtern wird, sagte ich. Das stimmt, sagte Brody. Er hatte einen nachdenklichen Gesichtsausdruck und fügte dann hinzu, ich bin wirklich froh, dass du mich gefragt hast, ob wir uns heute Abend treffen. Das hat mir die Überwindung genommen, selbst zu fragen. Ich kicherte, gab ihm noch einen Kuss und versprach, mich später mit ihm zu treffen. Ich eilte zum Parkplatz, an dem ich Wendys Mercedes vor der Villa hatte stehen lassen, hüpfte in den Fahrersitz und schnellte dann die Straße hinunter. Egal, was mit meiner Karriere passieren würde, ich wollte, dass es mit Brody klappte. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, nehme ich den Ratschlag des Rückzugstrips an und schreibe Tagebucheinträge über die Hauptfrage desselben. Wie könnte ich unabhängig sein und trotzdem einen Freund haben? Kapitel 18. The Market war besonders voll, als ich am späten Morgen dort ankam. Ich hatte meine Uniform nicht mehr zum Rückzug genommen und keine Zeit gehabt, nach Hause zu rennen, um sie zu holen, also improvisierte ich mit einer schwarzen Hose und einem weißen Oberteil. Die leitende Managerin runzelte die Stirn, als sie sah, dass ich nicht konform gekleidet war, aber sie drängte mich in die Fischabteilung. Während einer Flaute an Kunden schnüffelte ich an meinen Haaren und zuckte zusammen. Der Geruch hatte sich bereits in den Strähnen festgesetzt, Stunden, bevor ich mit der Arbeit fertig war. Ich hasste es, in die Villa zurückkehren zu müssen und nach Fisch zu stinken. Igit. Schlimmer noch, der Gestank saß auf meiner Haut fest und blieb da manchmal tagelang, was bedeutete, dass ich bei meinem Abendessen mit Brody nach Fisch stinken würde. Ich schnappte mir eine Zitronenhälfte, schnitt sie durch und quetschte ein Pfützchen Saft in meine Hand. Dann rubbelte ich den Zitronensaft in meine Handflächen und schnüffelte daran. Die Zitrone vollbrachte Wunder auf meinen Händen. Gerade als ich über die Möglichkeit nachdachte, mich vor dem Duschen mit Zitronensaft zu begießen, erblickte ich Wendy, die sich durch die Käufer drängte. Ich war noch nie im Leben so froh gewesen, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Wendy, ich winkte sie zu mir. Ich habe deine Nachricht bekommen, Wendy kam auf meine Theke zu. Sie fuhr mit der Hand durch ihren dunklen Bob, der perfekt auf ihre Schultern fiel. Wieso bist du nicht beim Rückzugstrip? Du hast keine Ahnung, wie froh ich bin, dich zu sehen. Ich benutzte eine gedämpfte Stimme, da die diensthabende Managerin in der Nähe in der Müsli-Abteilung zu lauern schien. Meine Chefin hat angerufen und mich zur Arbeit verdonnert. Keine Ausreden. Offensichtlich haben einige Mitarbeiter aus der heutigen Schicht eine Lebensmittelvergiftung bekommen und ich war die einzig Verfügbare, ich lächelte einen Stammkunden an, der mit dem Einkaufswagen vorbeigefahren war, drehte mich dann wieder zu Wendy und griff die Oberfläche der gläsernen Theke. Ich muss eine berufliche Hochseilakrobatik vollführen, habe Angst, dass auch die kleinste Bewegung in die falsche Richtung mir eine Kündigung sichert. Und meine Mentorin hat einen Nervenzusammenbruch. Greta, fragte Wendy. Sie lehnte sich an die Theke und tat so, als würde sie den Fisch unter die Lupe nehmen, so dass ich mir keinen Ärger einholte, weil ich mit ihr plauderte. Du sagtest, sie sei die zusammengerissenste Person, die du je in deinem Leben getroffen hättest. Mit Ausnahme der Anwesenden, hoffe ich. Ihren Spaß ignorierend, lehnte ich mich nach vorn zu ihr. Na ja, der Knüller ist, dass Greta mal mit Scotty zusammen war, der von Scottys Fischrestaurant. Ihr Gesicht wurde munter. Oh, ich liebe den Ort. Max und ich hatten eines unserer ersten Dates dort. Freut mich für dich, mein Ton war flach. Leider verlief deren Beziehung nicht so gut wie eure. Sie hat mit Scotty Schluss gemacht, aber nur, weil sie dachte, er würde sie betrügen. Dann hat sie ihn beim Rückzugstrip wiedergesehen, was irgendwie meine Schuld war, und seitdem weint sie nur noch. Sie ist wie ein Wasserhahn ohne Klappe oder Ventil, ich schüttelte meinen Kopf. Hinter der Theke gefangen, konnte ich nicht sicher sein, dass sie nicht noch immer heulte. Arme Greta. Igit, verzog Wendy das Gesicht. Aber sie ist eine erwachsene Frau, was will man da machen? Wir haben ihr Auszüge aus ihrem Buch vorgelesen, aber das schien nicht zu helfen. Wenn ich Greta nicht wieder hinbekomme, dann kann ich das Geschäft mit meinen Luxusrückzügen vergessen. Mit meinem Glück werde ich für immer nach Fisch stinken, nüllte ich, ließ meine Stirn gegen die Theke fallen. Ach, hör doch auf, Wendy's Stimme war entschlossen. Ein eigenes Geschäft zu gründen ist hart, aber Olivia's Occasions wird schon wachsen, mit oder ohne Greta von Strand. Du musst ihm nur etwas Zeit lassen. Meinst du wirklich?", fragte ich und sah sie nicken. Wendy würde niemals lügen, so dass mir an ihrer Meinung sehr viel lag. "Da ist noch mehr. Kennst du noch Brody, den Barkeeper? Wir waren letzte Nacht auf einem Date und hatten eine unglaubliche Zeit zusammen." Sie schaute mich wissend an. "Ich habe da schon so eine Connection zwischen euch zweien vermutet." Riesenfunken, sagte ich, mich an das Feuerwerk erinnernd, das in mir explodierte, als wir uns zum ersten Mal küssten. Hammer! Er ist auch sehr entspannt und lustig. Wenn ich mit ihm zusammen bin, komme ich aus mir heraus und kann auch Blödsinn machen, ohne Angst zu haben, er würde denken, ich sei lasch. Er scheint es schwer zu haben, sich zu öffnen, aber ich kann mich so damit identifizieren. Er hat viel Schmerz in seinem Leben erfahren, mein Blick wanderte nach unten. Aber ich denke, wir ergänzen uns. Wendy lächelte. Du hast also echte Gefühle für ihn, was? Ich nickte und seufzte dann. Aber er hat diese umwerfend schöne Ex-Freundin, die mit ihnen im Haus wohnt. Sie arbeitet mit ihnen als Feuerwehrfrau in der Feuerwache zusammen, als Wendys Augen sich weiteten, fügte ich hinzu, lange Geschichte. Brody sagt, zwischen ihnen ist nichts mehr. Sie ist aber sehr kokett, ich hielt die Seiten meines Kopfs. Alles passiert so schnell, mein Kopf fährt Karussell. Meinst du, du kannst ihm vertrauen? fragte Wendy. Ja, das denke ich, sagte ich sofort. Komisch, ich war mir bei Hunter niemals so sicher gewesen. Dann höre auf dein Gefühl. Wenn du keine roten Ampeln siehst, dann sind da wahrscheinlich auch keine. Max reißt manchmal der Arbeit wegen und ich vertraue ihm total, Wendy lächelte mich an. So einfach ist es. Ja, du hast recht, ich kniff mir den Nasenrücken und versuchte, mir wegen Brodis Ex keine Sorgen mehr zu machen. Ich muss auch einen Weg finden, Greta wieder hinzubiegen. Du kannst nicht die Weise ändern, auf die Greta ihr Leben führt, sagte Wendy. Alles, was du tun kannst, ist, dich darauf zu konzentrieren, dass der Rückzugstrip super läuft. Alles andere wird sich schon geben. Oder nicht? Sie hob eine Schulter. Wenn es für dich jemals langweilig werden sollte, Gastwirtin zu sein, dann kannst du ein Lebenscoach werden, sagte ich lächelnd. Was soll ich sagen, sagte Wendy. Ich habe die wahre Berufung in meinem Leben vermisst. Ich mache mir auch Sorgen um meine Eltern, flüsterte ich, als ein Mitarbeiter vorbeilief und seinen Kopf in meine Richtung schüttelte. Ich zuckte die Achseln, gab ihm so zu verstehen, er solle sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich möchte ehrlich nicht wissen, wie mein Vater sich von einer Minute zur nächsten fühlen wird. Mein Herz zerbricht wegen ihm. Wendy öffnete den Mund, um etwas zu sagen, als eine blonde Frau mit einem elfenähnlichen Gesicht an die Theke kam. Piper Lewis. Na toll. Ich wusste sofort, dass sie meine Kopfschmerzen nur noch schlimmer machen würde. Olivia Lane, Piper fuhr sich mit der Hand durch ihre seidig blonde Mähne. Zweimal in einer Woche. Wie groß sind schon die Chancen? Hallo, Piper, ich sah mit so viel Begeisterung wie nur möglich herauf so dass sie nicht bemerkte, wie sehr sie mich verrückt machte. Wie läuft es mit deiner neuen Beförderung? fragte ich, weil ich mir dachte, sie würde es sowieso erwähnen. Ich liebe das neue Büro, es ist super privat und kuschelig, sie zog eine Nummer aus der Maschine an der Theke und gab sie mir. Ups, war diese Dame vor mir hier? Nein, ich schaue nur, Wendy machte einen Schritt zurück und wedelte abweisend mit der Hand. Na, da habe ich ja Glück, Pieper zeigte durch das Glas auf den Heilboot, der ganz links von ihr auf dem Eis lag. Wie frisch ist dieser Fisch? fragte sie. Ist gerade heute Morgen reingekommen, antwortete ich. Ihre Nase rümpfte sich. Wie riecht er? Wie er riecht. Was meinst du? fragte ich. Olivia, man kann basierend auf dem Geruch eine ganze Menge über einen Fisch sagen, sagte sie und benutzte einen herablassenden Ton. Ich will nicht, dass er zu fischig riecht, weißt du? Ich starrte sie völlig verwirrt an. Was erwartete sie? Es ist Fisch. Naja, ich habe ihn nicht aus der Nähe gerochen, aber ich finde, sie riechen alle ziemlich fischig frisch. Das ist die Fischabteilung. Macht nichts, Pieper tippte sich mit dem Zeigefinger aufs Kinn. Gibst du mir bitte stattdessen ein Kilo Shrimps? Schrimps sind sowieso so viel einfacher zuzubereiten. Ich nahm das braune Fleischerpapier und die Kelle, um die Schrimps herauszunehmen, und lächelte sie auf so eine Weise an, von der ich hoffte, sie würde sie einvernehmlich stimmen, auch wenn ich keine Ahnung hatte, worüber sie eigentlich sprach. Ich fand, dass alle Meeresfrüchte gleich rochen. Ich war gerade dabei, die Schrimps einzupacken, als Pieper ein Geräusch machte. Ich liebe ja Schrimps. Aber Lachs ist ja so gesund für mein Herz. Das sollte ich nehmen. Tut mir leid wegen der Umstände. Ich schaute sie an und begriff, dass mein Leben genauso war wie ihr Dilemma. Ich sollte während dieses Rückzugstrips unabhängig sein, genau wie sie wusste, dass sie Lachs essen sollte. Aber ich hatte mich in Brody verliebt und alles, was ich wollte, war, mit ihm zusammen zu sein. Genau, wie sie diese Schrimps wollte. Soll ich die Schrimps zurücklegen? fragte ich und fragte mich auch, ob ihre Antwort irgendwie meine eigenen Dilemmas lösen würde. Sie spitzte ihre Lippen und starrte ins Fach. Nein, sagte sie schließlich. Ich nehme beides. Ich packte ihre Bestellung ein und gab ihr eine Mitarbeiterermäßigung. Sie bedankte sich bei mir und ging, mit einem Winken ihrer mit French Manicure verzierten Hände. Sie hatte beides genommen. Vielleicht war das ein Zeichen gewesen, dass ich sowohl unabhängig sein als auch einen Mann haben konnte. Ich rollte mit den Augen. Traurigerweise war mein Leben darauf zurückzuführen, dass ich meine romantischen Entscheidungen mit jemandes Fischeinkäufen verglich. Brody wäre meiner Meinung nach ein heißer Hummer. Lecker. Wendy kam zurück, aber dann ging sie, um selbst Einkäufe zu erledigen. Sie sagte, sie würde bald zurückkommen. Als ich sie gehen sah, fühlte ich mich dankbar, dass sie mich dazu ermutigt hatte, Brody zu vertrauen. Er hatte mir nie einen Grund gegeben, nicht an ihn zu glauben. Ich machte gerade die Theke sauber, als ich Taylor, Brody's Ex, erblickte, wie sie ins Geschäft kam. Sie trug ein Trainingsoutfit, als sei sie gerade von einer Yogastunde gekommen. Ihr durchtrainierter Körper erinnerte mich an die Extrapfunde, die ich bei diesem Rückzugstrip zugelegt hatte. Ich konnte sowas von nichts eng anliegendes tragen, wie sie es tat, oder ich konnte es, aber es wären überall Beulen zu sehen. Seufz. Taylor legte einige Dinge in ihren Wagen, ging an der Feinkostabteilung vorbei und blieb dann an meiner Theke stehen. Sie sah perfekt aus, ihre blonden Haare fielen in entspannten Wellen über ihre Schulter. Ich fühlte mich so lahm mit meinen zu einem Dutt zusammengebundenen Haaren und einem Netz darüber. Kann ich Ihnen helfen? Hallo, sagte Taylor, lächelte mich an und ihre Zähne waren perfekt weiß und gerade. Hatte die Frau denn keinen einzigen Makel? Ich brauche zwei Hummerschwänze, sagte sie, auf ihr Handy schauend. Zwei Hummer, kommt sofort, antwortete ich und fragte mich, ob sie sich vom Strand an mich erinnern konnte. Wenn dem so war, dann benahm sie sich sicherlich nicht so, als hätte sie mich zuvor gesehen. Möchten Sie selbst aussuchen oder soll ich das machen? Ach, das können Sie machen, ist mir nicht wirklich wichtig, sagte sie, auf ihrem Handy-Terpent. Alles klar, sicher, sagte ich, mein Magen verkrampfte sich. Ich sagte zu mir selbst, ich sei paranoid. Trotzdem plapperte ich irgendwie aus, haben Sie was Besonderes mit diesen Kerlen vor? Sie schaute von ihrem Handy auf und lächelte. Ein romantisches Dinner für zwei. Mein Ex und ich kommen wieder zusammen, also möchte ich eine besondere Mahlzeit für ihn zubereiten. Er liebt Hummer. Mein Magen zog sich zusammen und emotionaler Schmerz traf mich wie eine Flutwelle. Brody kam wieder mit seiner Ex zusammen. Seit heute Morgen. Wow, der Mann arbeitete aber schnell. Ich biss mir die Zähne zusammen, um ihr nicht zu sagen, dass Brody gestern Nacht Lachs dem Hummer vorgezogen hatte, danke sehr. Aber ich verbesserte sie nicht. Ich wollte nur, dass sie ging. Ich drückte ihr also die Tüte in die Hand und drehte mich schnell um. Tränen überfluteten meine Augen, aber ich blinzelte sie weg. Ich vertraute Brody. Auch wenn ein Date nicht wirklich bedeutete, dass wir ausschließlich einander daten würden. Könnte er wirklich daran interessiert sein, andere Frauen zu daten? Nein, Moment mal, Taylor konnte nicht mit Brody zu Abend essen, weil er dafür ja mit mir verabredet war. Dafür musste es eine andere Erklärung geben. Trotzdem sprudelte mein Magen vor Sorge. Was, wenn ich falsch lag? Kapitel 19 Als ich nach meinem Tag im The Market in die Villa zurückgekommen war, ließ ich mich gleich beim Abendessen, dass die Frauen gerade hatten, blicken. Janine versicherte mir, dass alles glatt gelaufen war und niemand meine Abwesenheit kommentiert hätte. Sie sagte mir auch, dass Greta geduscht hätte und sich in ein sauberes Outfit umgezogen hatte. Sie hatte sich während der Veranstaltung zu den anderen gesellt, aber sie hatte nur wenig gegessen und war jetzt in ihrem Zimmer und las Männer, wer braucht die schon? Von Anfang an. Ein Fortschritt. Janine rümpfte plötzlich ihre Nase und fragte mich, ob ich ein Aquarium gesäubert hätte. Ich seufzte, verneinte, verließ dann das Zimmer und eilte den Flur hinunter in meines. Niemand stellte mir derartige Fragen nach einem Arbeitstag beim luxuriösen Rückzugstrip für Frauen. Ich hatte immer noch eine Stunde bis zu meinem Date mit Brody, also ließ ich mir ein Bad mit extra viel Schaum einlaufen, freute mich darauf, mein Duschgel mit Zitronengeruch zu benutzen, damit ich den Fischgestank von meiner Haut loswerden konnte. Ich schlüpfte ins heiße Wasser, hoffte, dass mich das Bad beruhigen würde, sobald ich meine Augen schloss. Wieder im The Market zu arbeiten, war schrecklich gewesen, und Pieper wiederzusehen, hatte mich daran erinnert, wie sie bei ihrer Arbeit befördert worden war, während ich die ganzen Jahre über einfach nur Angst hatte, den nächsten Schritt zu wagen. Ich sah mich im großzügigen Badezimmer um und staunte, dass ich es überhaupt gewagt hatte, Olivia's Occasions zu eröffnen. Die wenigen Aufträge, die ich gehabt hatte, hatten nicht viel eingebracht, und sich bei der Eventplanung in Blue Moon Bay hochzuarbeiten, war schwierig, es sei denn, man hatte gute Beziehungen. Ich brauchte also Greta, um die Karriere erreichen zu können, die ich liebte. Ich musste sie aus ihrer Misere ziehen. Vielleicht hatte Brody heute mit Scotty gesprochen und hatte Neuigkeiten für mich. Als ich gerade an Brody dachte, stellte ich mir Taylor vor, wie sie diese Hummerschwänze für ihr romantisches Abendessen kaufte. Ich atmete tief ein, versank im heißen Wasser, so lange ich konnte, ehe ich wieder auftauchte, um Luft zu schnappen. Wegen Taylors Perfektion wäre ich am liebsten unter einen Stein gekrochen und hätte mich versteckt. Brody sagte, er hätte sie nicht geliebt. Ich versuchte, mich darauf zu konzentrieren, wie Wendy es mir geraten hatte. Piep! Piep! Ich schaute rüber zum Badezimmertisch und sah ein blaues Licht auf meinem Handy blinken, das mir sagte, ich hätte eine Nachricht bekommen. Ich stieg aus der riesigen Wanne, wickelte mir ein weißes Handtuch um und eilte zum Tisch, um zu sehen, wer mir die Nachricht geschickt hatte. Brody Mitchell. Ich trocknete mir die Hände mit dem Handtuch ab, fuhr dann mit meinem Finger über den Bildschirm und drückte auf die Nachricht, muss das Abendessen absagen. Ein Notfall mit einem Freund. Können wir uns später treffen? Ich muss über etwas Wichtiges mit dir reden. Ein Knoten formte sich in meinem Magen, während ich auf die Worte starrte. Er ließ ein D wegen eines Freundes sausen? Normalerweise würde ich das ja verstehen, aber... Hallo? Ich hatte diese Hummerschwänze gesehen. Und die waren nicht günstig. Ich wusste, was Fräulein Bikini Blondine im Sinn hatte, als sie die gekauft hatte. Ich wollte ihm schreiben, wo er sich seine Hummerschwänze hinstecken konnte, als Wendy's Stimme durch meinen Kopf schoss und mir riet, ihm zu vertrauen. Ich atmete tief ein und sammelte mein Selbstvertrauen. Ich lass wieder seine Nachricht. Muss das Abendessen absagen. Ein Notfall mit einem Freund. Können wir uns später treffen? Ich muss über etwas Wichtiges mit dir reden. Ich ließ ihn nicht spüren, dass ich quälende Zweifel hatte, und schrieb, klar. Um wie viel Uhr? Da Wasser und Schaum von meinen Beinen auf den Boden tropften, legte ich mein Handy neben die Wanne und stieg wieder ins Wasser. Ich zog meine Beine an meine Brust heran und starrte aufs Handy, beschwörte es, bald zu klingeln. Ich brauchte eine Bestätigung, dass ich ihm wichtig war und dass ich nicht dumm war, weil ich mein Vertrauen in ihn gesetzt hatte, nachdem meine letzte Beziehung so schlimm geendet hatte. Hunter war, ohne mit der Wimper zu zucken, wieder zu seiner Ex zurückgekehrt. Anscheinend war ich nur eine vorübergehende Ablenkung gewesen. Zu denken, ich könnte Hunter vertrauen, war der größte Fehler, den ich je gemacht hatte, und ich wollte ihn nicht wiederholen dann erschien mir ein schrecklicher Gedanke. Brody hatte gesagt, er wolle mit mir über etwas Wichtiges reden. Was, wenn er mir die schlechten Nachrichten persönlich überbringen wollte, in der Art, war ja ganz schön, aber ich versöhne mich jetzt doch mit meiner Ex, ich wartete immer noch darauf, dass Brody mir antwortete, während das Wasser kühl und dann kalt wurde. Es kam mir so lahm vor, am Handy zu warten. Also stieg ich aus der Wanne und schmiss mich in einen flauschigen Bademantel. Ich musste mich ablenken. Wenn man auf eine Nachricht wartete, dann kam sie nie. Genau dann klingelte mein Handy. Ein Andrang von Adrenalin schoss durch mich. Ich schloss die Tür zu meinem Zimmer, schaute dann auf den Bildschirm und sah den Namen meines Vaters blinken. Ich stöhnte. Mein Herz zog sich zusammen. Ich fühlte mich schuldig, weil ich ihn auf die Mailbox sprechen lassen wollte. Hallo. Ich war bei der Arbeit. Aber was, wenn ich in derselben Situation wäre? Er wäre für mich da. Ich drückte auf Annehmen. Was gibt's, Papa? fragte ich, rubbelte mich trocken und schlüpfte dann in eine dunkle Jeans. Tut mir leid, dass ich dich wieder bei deinem Rückzugstrip störe, Spatz, er atmete lang und hörbar aus. Aber ich bin zu deiner Mutter gefahren, habe ihr hausgemachte Enchiladas zum Abendessen gebracht, ihre Leibspeise, und dieser Mann öffnete die Tür, er spie das Wortmann aus, als könnte er es kaum würdigen. Er informierte mich darüber, dass deine Mutter keine Kohlenhydrate mehr ist. Kannst du das glauben? Er übt offensichtlich einen schlechten Einfluss auf sie aus. Ich mache mir Sorgen um sie. Ich zog mir einen Pulli über den Kopf und wünschte mir, dass ich meiner Mutter nie dabei geholfen hätte, sich bei dieser blöden Online-Seite anzumelden. Mein Herz tat weh angesichts dessen, wie aufgewühlt er sich anhörte. Hör zu, du musst aufhören, zu Mamas Haus zu gehen. Papa, du musst sie loslassen. Sie ist weitergezogen und, das solltest du auch, sagte ich. Es folgte eine lange Stille am anderen Ende des Hörers. Ich fühlte mich schlecht wegen meines Ratschlags, aber er quälte sich ja immer weiter mit den Versuchen, sie zurückzuerobern, wenn sie doch nur Augen für Junior zu haben schien. Was war das überhaupt für ein Name? Er hörte sich passender für einen Fünfjährigen an. Ich weiß, du glaubst, ich sei verrückt, Spatz. Aber du hast Unrecht, seine Stimme war tief und traurig. Sie ist nicht weitergezogen, sie glaubt nur nicht daran, dass ich mich geändert habe. Ich muss ihr das beweisen. Ich werde sie zurückgewinnen. Mein Herz brach in meiner Brust, ließ mich wünschen, dass es eine männliche Greta gab, die Frauen, wer braucht die schon? Geschrieben hätte, sodass Papa die Kraft finden könnte, über Mama hinwegzukommen. Ich liebe dich, Papa, sagte ich, wissend, dass es nichts anderes gab, was ich jetzt für ihn tun konnte. Als wir uns verabschiedeten, zog sich mein Magen zusammen. Ich dachte tatsächlich, dass er verrückt war, weil er ihr weiterhin nachstelle, denn auf lange Sicht betrachtet bedeutete die Tatsache, dass er noch Hoffnung hegte, dass er nur noch mehr verletzt werden würde. Ich schob mein Handy in meine hintere Hosentasche, als ich ein Klopfen an meiner Tür hörte. Herein, rief ich mir über die Schulter. Die Tür öffnete sich langsam und Charles spickte hinein. Ich gehe am Strand spazieren. Magst du mitkommen? Ich sah sie mich anlächeln und sagte, ja, klar, gerne. Hört sich toll an. Wir gingen still nach draußen, dann die Treppe, die uns zum Strand brachte, runter. Der Sand rutschte unter meinen Sneakers und wir kamen näher ans Wasser, wo der Sand feucht und fester war. Eine Brise zog beim Sonnenuntergang übers Wasser und ein Schauer schlängelte sich durch mich. Ich zog den Reißverschluss meiner Jacke bis ganz nach oben, dann vergrub ich meine Hände in meine Taschen. Wir liefen schweigend weiter, bis wir zu einer Felsenreihe kamen. Ich stieg auf einen von ihnen, zog mein Handy aus meiner hinteren Tasche und schaute auf den Bildschirm. Keine Antwort von Brody. Mir war flau im Magen, als ich das Handy in meine Jackentasche steckte und mich wie in alten Zeiten neben Charlie setzte. Sie baumelte mit den Beinen über dem Felsen, neigte ihren Kopf, um mir einen Seitenblick zuzuwerfen. Janine sagte, sie hätte vorhin mit dir gesprochen und du schienst gestresst zu sein. Ich dachte mir, ein Spaziergang würde dir gut tun. Wie war es auf der Arbeit? fragte sie. Ich dachte an Taylor und ans romantische Hummerabendessen, das sie wahrscheinlich in genau diesem Moment hatte und das mich mein Gesicht in meine Hände vergraben ließ. Nicht gut, sagte ich, sah dann hoffnungsvoll zu ihr auf. Rieche ich nach Fisch? Sie lehnte sich zu mir und schnüffelte. Ich rieche nur Zitronen. Warum? Ich habe den ganzen Tag an der Fischtheke gearbeitet, die Bestellungen der Kunden eingepackt, genau, wie ich es in der hicks und auf dem College gemacht habe, ich schüttelte meinen Kopf. Ich bin es leid, dort zu arbeiten. Wieso kündigst du nicht? fragte sie. Ich zog meine Beine an meine Brust. Der Job ist mein Plan B, im Falle, dass ich keine weiteren Kunden für Olivia's Occasions bekomme. Ich brauche das Gehalt. Sie blinzelte in Richtung des dunkel werdenden Himmels. Ich wünschte, ich hätte einen Plan B jetzt, wo Rex und ich geschieden sind, habe ich keine Ahnung, was als nächstes kommt. Es tut mir leid wegen deiner Scheidung, sagte ich, ließ meinen Kopf auf ihre Schulter fallen. Es scheint so unpassend, so etwas zu sagen, da ich ja hätte für dich da sein sollen. Sie lehnte ihren Kopf auf meinen. Wir haben schon darüber gesprochen, Olivia. Hör auf, dich schuldig zu fühlen. Ehrlich gesagt, hätte ich es auch niemandem zugelassen, für mich da zu sein. Nicht einmal meiner Schwester. Ich hob meinen Kopf. Wieso nicht? Wenn ich jemandem gesagt hätte, wie die Dinge mit Rex stehen, dann wäre ich nicht mehr in der Lage gewesen, die Situation zu leugnen. Sie richtete sich auf, holte mit den Beinen aus und ließ sie dann gegen den Felsen fallen. Rex hatte sich verändert, nachdem er berühmt geworden war. Es zählte nur noch das Image, nicht die Musik. Mir ging es elendig, sogar noch bevor er mich betrogen hatte. Ich schaute den Strand runter, sah Amy und Pete, wie sie Händchenhaltend umherschlenderten. Ich wandte meinen Blick ab, dachte daran, dass Greta so getan hatte, als wüsste sie nichts von deren heimlichen Treffen. Oh, arme Greta. Die ganze Situation mit Scotty tat mir so leid für sie. Ich drehte mich zu Charlie. Mein Ex, Hunter, hatte mich auch betrogen. Mit seiner Ex. Sie sind wieder zusammengekommen. Ich war nur oberflächlich an ihm interessiert gewesen, bis er dieses ganze wunderschöne Bild einer gemeinsamen Zukunft ausmalte. Aber sobald ich mich auf praktische Probleme fokussieren musste, wie etwa die Arbeit, schmollte er wie ein Baby und sah sich anderweitig um. Wieso bleiben wir bei Kerlen, die uns nicht gut tun? Weil wir Männer, wer braucht die schon? nicht früher gelesen haben, sie zuckte mit der Schulter, hiefte meinen Kopf damit hoch und lachte, während ihre Beine weiter baumelten. Greta's Buch hat mir wirklich aus der Seele gesprochen. Sobald ich begriffen hatte, dass ich Rex in meinem Leben nicht brauchte, hörte ich auf, an dem zerbrochenen Traum festzuhalten, und ließ den Schmerz los. Ich weiß nur nicht, wie es jetzt weitergehen soll, weißt du? Wie wäre es mit dem Feuerwehrmann, Wyatt? Er scheint ein netter Kerl zu sein. Ja, das ist er, sagte sie schnell. Funken leuchteten in ihren Augen auf und sie lächelte kurz. Er hat mich gefragt, ob ich mit ihm ausgehen möchte, aber ich weiß nicht, ob ich ja sagen soll. Wieso nicht, fragte ich, auch wenn ich mir schon dachte, warum? Na ja, als erstes, weil zu einem Date zu gehen, das absolute Gegenteil von all dem hier ist, sie zeigte in Richtung der Villa hinter uns. Ich habe mich für diesen Rückzugstrip angemeldet, um mit mir selbst ins Reine zu kommen. Ich möchte nicht meinen ganzen Fortschritt versauen, indem ich zu schnell wieder jemanden date. HMM, sagte ich, über ihre Worte nachdenkend. Glaubst du, es ist möglich, unabhängig zu sein und einen Freund zu haben? Das muss es doch, oder? Ich habe heute über dieses Szenario Tagebuch geführt, aber ich bin zu keinem wirklichen Schluss gekommen, sie seufzte wehmütig. Ich mag es ja, dass Wyatt das komplette Gegenteil von Rex ist. Er ist bodenständig und vielleicht auch ein bisschen schüchtern. Vielleicht gehe ich ja mit ihm aus, ich weiß es nicht. Ich sah ihr zu, wie sie an ihrer Lippe knabberte, die gleiche nervöse Gewohnheit aus ihren Jugendjahren. Ich verstand ihr inneres Dilemma. Sich für Dates zu entscheiden, war so eine große Sache, nachdem man so verletzt worden war. Ich war mir immer noch nicht sicher, ob ich mit Brody die richtige Entscheidung getroffen hatte. Es versetzte mich in Schrecken, dass mein Herz wieder gebrochen werden könnte, aber gleichzeitig wollte ich mir die Möglichkeit nicht entgehen lassen, die potenzielle Liebe meines Lebens zu treffen. Auch wenn ich fand, dass diese potenzielle Liebe meines Lebens endlich mal zurücktexten konnte. Ich denke nur nicht, dass ich Weihe Daten kann, sagte sie schließlich. Es ist einfach zu früh. Ich legte meinen Arm um sie und umarmte sie von der Seite. Ich konnte ihrem niedergeschlagenen Blick entnehmen, dass sie die Entscheidung bereits überdachte. Was für eine Achterbahn. Ich sollte lieber ins Haus zurück und nach Greta sehen, sagte ich und hüpfte vom Felsen. Als ich nach Greta sah, war sie in ihrem Lesestuhl eingeschlafen, mit einem Exemplar von Männer, wer braucht die schon? Immer noch offen in ihren Händen. Sie sah süß und verletzlich aus, so gar nicht wie die gerissene Geschäftsfrau, die ich am Anfang dieses Rückzugstrips kennengelernt hatte. Als ich in mein Zimmer kam, nahm ich das Handy aus meiner Tasche, piep. Piep. Ich schaute auf den Bildschirm und sah eine Nachricht von Brody und hielt meinen Finger über das Bildchen mit dem Umschlag. Ich atmete tief ein und drückte auf das Icon, um meine Nachricht abzurufen, musste heute Abend wichtiges erledigen. Ich muss dich so bald wie möglich sehen. Dieses Mal ist es wirklich dringend. Schreib mir, wenn du das liest. Und komm dann rüber. Mein Herz pochte, als ich Brodis Nachricht anstarrte. Da ich hoffte, es ging ihm gut. Ich hatte gerade meinen Finger gekrümmt, um zurückzuschreiben, dass ich gleich kam, als meine Tür aufgeschlagen wurde. Janine platzte herein. Du musst schnell kommen, sage sie, atmete schwer aus und ein. Greta ist im Wohnzimmer. Es sieht nicht gut aus, Olivia. Nicht gut, ihre Augen weiteten sich, bis sie nur noch riesige runde Bälle waren. Sie erzählt den Frauen, dass Unabhängigkeit ein Mythos sei und dass wir alle nur Schachfiguren in einem bösen Spiel der Männer seien. Ihre Stimme wurde piepsig. Die Frauen werden aufgewühlt. Du musst Greta beruhigen, ansonsten ist der date vollkommen ruiniert. Ich stand da, hin- und hergerissen, was ich denn jetzt tun sollte. Brody hatte gesagt, er bräuchte mich und ich hatte bereits eingewilligt, mich heute Nacht mit ihm zu treffen. Andererseits stand mein Geschäft auf dem Spiel, und wenn ich diesen Rückzug nicht rettete, konnte ich allen zukünftigen Lebewohl sagen. Mein Herz pochte mir in den Ohren und Tränen quollen in meinen Augen, dann stellte ich mein Handy ab. Ein Riesenloch füllte meine Brust, den Wind aus mir heraussaugend, bis meine Nerven vollkommen taub waren. Dann schnappte ich mir Janines Hand und eilte nach oben, hoffte, dass das nicht eine Entscheidung war, die mich alles kosten würde. Kapitel 20. Am nächsten Morgen nippte ich an einer Tasse heißen Tee, ganz alleine im Esszimmer. Die Frauen hatten bereits gefrühstückt und waren in ihren Zimmern, um Tagebucheinträge zu schreiben. Ich umschloss die Tasse mit meinen Händen und versuchte, die Hitze in meinen Körper laufen zu lassen, in der Hoffnung, sie würde nach den gestrigen Ereignissen im Wohnzimmer meine Seele beruhigen. Genau wie Janine es mir gesagt hatte, war Greta völlig ausgeflippt und hatte einen Vortrag über die Schwäche der weiblichen Spezies gehalten und wie das Selbstvertrauen einer Frau direkt in den Händen des Mannes lag, der sie verraten hatte. Finstere Geschichte. Ich hatte keine Wahl gehabt, als Greta aus dem Zimmer zu holen, als sie schrie, Macht euch keine falschen Hoffnungen, meine Damen. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass die Zukunft düster ist. Als Janine und ich Greta zurück in ihr Zimmer gebracht hatten, knauschte sie sich in einen Ballen zusammen, weinte. Ich liebe Scotty immer noch, den fremdgehenden Mistkerl. Ich stehe auf Mistkerle. So armselig. Und ich bin so verletzt. Ich sah Tränen Gretas Wangen hinunter kullern und ich begriff, dass ihr momentaner Zustand weit jenseits von Männer. Wer braucht die schon? War. Also setzte ich Janine und Greta hin und ließ sie sich Frauenfilme anschauen, während sie Eiscreme aus der Verpackung aßen. Ich begriff, dass Greta Männer vergessen musste, sie musste es vergessen, unabhängig zu sein und sich auf die gute, altmodische Zeit unter Frauen konzentrieren. Als ich das arrangiert hatte, rannte ich zurück nach oben ins Wohnzimmer, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Ich hatte keine andere Wahl, also gestand ich den Frauen, dass Greta's Herz immer noch wegen des Mannes gebrochen war, den sie mal geliebt hatte, und bat sie darum, ihren Ausbruch von vorhin für sich zu behalten. Was beim Dateentzug passiert, bleibt auch beim Dateentzug. Ich stand inmitten des Zimmers mit meinen Händen auf meinen Hüften und blickte jeder einzelnen von ihnen in die Augen. Greta's Schmerz beeinträchtigt weder die Wirksamkeit ihres Buchs, noch beeinträchtigt er die Bedeutung dieses Rückzugstrips. Sie ist nur eine trauernde Frau und ich bin mir ziemlich sicher, dass jede von uns weiß, wie sich das anfühlt. Murmeln machte sich im Zimmer breit. Ich würde niemals Gretas Vertrauen verraten, sagte Aaron und setzte sich hin. Es ist so schade, dass wir vorgeben, in Ordnung zu sein und die Haltung wahren, wenn wir doch ehrlich mit unseren Gefühlen umgehen sollten. Gretas Buch hat mir das beigebracht, Kapitel 3. Konzentriere dich auf Freundschaften. Nach Ehrens Aussage der Unterstützung schlossen sich die anderen Frauen der Unterhaltung an und wollten sich um Greta versammeln, um Helfer in der Not zu sein. Wir verbrachten Stunden damit, darüber zu diskutieren, wie schrecklich uns gescheiterte Beziehungen hatten fühlen lassen und wie verstanden wir uns alle nach dem Lesen von Greta's Buch Männer, wer braucht die schon? gefühlt hatten. Wir sprachen auch über das aktuelle Dilemma, unabhängig bleiben, wenn man jemanden datet. Wieso hatte Greta nicht darüber ein Buch geschrieben? Na ja, jetzt kannte ich die Antwort. Sie war in diesem Prozess nicht weit vorangeschritten. Unabhängig sein war etwas, an was sie mit Vergeltung rangegangen war, aber sie hatte seit Scotty nicht mehr geredet. Jetzt vollzog ich diesen Rückzugstrip allein aber irgendwie schaffte ich es doch, ihn reibungslos verlaufen zu lassen. Ich sah aus dem Fenster zur Villa gegenüber. Ich hatte die Arbeit Brody vorgezogen, was so überhaupt nicht zu mir passte. Er hatte mir spät in der Nacht auf die Mailbox gesprochen und sagte, dass er sich Sorgen machte, weil er nichts mehr von mir gehört hatte. Diesen Morgen schickte ich ihm eine Nachricht, in der ich sagte, ich sei in Ordnung, müsse mich aber auf die Arbeit konzentrieren. Er schrieb nicht zurück. Ich nippte an meinem Tee und sah die Wellen gegen das Ufer schlagen. Der nächste Schritt beim Rückzugstripp wich mir irgendwie aus, aber ich spürte ein erneuertes Selbstvertrauen darin, diesen Rückzugstrip schmeißen zu können. Ich war in Gedanken verloren, als Janine vor mir erschien. Olivia, sie neigte sich nach unten und flüsterte. Da ist eine Dame an der Tür, die dich sehen möchte. Sie sagt, sie sei deine Mutter. Ich verschluckte mich an meinem Tee, hustete und sprudelte. Meine Mutter? Alarmglocken schlugen in meinem Kopf. Wieso war sie hier? Wie hatte sie mich gefunden? Was wollte sie? Danke, ich gehe zur Tür. Ich stellte meine Tasse auf den Tisch und tupfte mir mit einer Serviette den Mund ab. Bist du bitte erreichbar, im Falle, dass eine der Frauen Fragen hat? Es sollte nicht lange dauern. Natürlich, sagte Janine und lächelte mich warm an. Eine Assistentin zu haben, stellte sich als etwas heraus, ohne dass ich nicht leben konnte. Ich eilte ins Foyer und blieb abrupt stehen. Die Frau an der Tür sah überhaupt nicht wie meine wohlfrisierte Mutter aus. Nein, diese Frau trug einen Jogginganzug und die zerzauste Unordnung der roten Haare schaute unter der pinken beanie hervor. Mama, sagte ich und erkannte, dass das die Mütze war, die ich ihr zum Geburtstag geschenkt hatte. Sonst aber erkannte ich nichts an dieser Frau. Ich bewegte mich langsam auf sie zu, als wäre sie ein erschrockenes Tier, das schnell fliehen könnte, wenn ich mich zu schnell bewegte. Ihr Blick wanderte auf mich und wieder weg von mir. Tut mir leid, dass ich dich bei der Arbeit belästige, Olivia. Aber das kann nicht warten, sagte sie und durchbohrte mich mit ihren blauen Augen und den dunklen Rändern darunter. Dein Vater sagt mir, dass er sich von dir helfen lässt, mich zurückzugewinnen, und das muss enden. Unsere Beziehung ist vorbei. v o r b e -i. Mama, mach mal langsam, ich nahm ihre Hand und zog sie zur Seite. Sie drückte ihre schmalen Lippen in ein kleines Lächeln. Tut mir leid, dass ich dich so überfalle. Aber dein Vater braucht nicht auch noch Ermutigung. Ich ermutige ihn überhaupt nicht, genau im Gegenteil, mein Magen verdrehte sich. Ich wollte nicht, dass sich meine Eltern scheiden ließen, aber ich wollte mir auch nicht mit ansehen, wie miserabel und festgefahren mein Vater war. Wie Greta. Wie kann ich helfen, Mama, sie legte eine kalte Hand auf meinen Arm. Hilf ihm zu begreifen, dass ich weitergezogen bin und dass er aufhören soll, mir Geschenke zu schicken, sie verschränkte ihre Arme, aber mehr, um sich selbst zu umarmen, als mich abzuweisen. Heute ist ein Mann auf meiner Veranda aufgekreuzt und hat John Travolta's Greased Lighting gesungen. Oh nein, sagte ich und bedeckte meinen Mund. Meine Eltern hatten diesen Song als ihren Hochzeitstanz ausgewählt, zur Ehre der Art und Weise, wie sie sich kennengelernt hatten. Mein Vater war dieses Mal kreativ gewesen. Ich wäre leicht beeindruckt, wenn ich nicht gewusst hätte, wie verzweifelt seine Taten waren. Ich ermutige Papa nicht, glaub mir. Aber ich bin bei der Arbeit. Vielleicht können wir später reden? Wie wäre es mit nächster Woche? Ihre Stirn runzelte sich und dann schossen ihre Hände auf ihre Hüften. Nein, das muss jetzt passieren, Olivia, sagte sie dickköpfig. Gut, lenkte ich ein, obwohl ich nicht wusste, wieso das nicht warten konnte. Ich schloss die Tür hinter mir, führte den Weg durch das Seitentor und dann auf die Treppe zu, die zum Strand führte. Als wir die Treppe runtergehen wollten, drehte sie sich wild dreinblickend zu mir. Du musst verstehen, dass ich nicht irrational bin, ihr Kiefer verkrampfte sich und sie nickte kurz. Erstens hat dein Vater immer den Klodeckel oben gelassen. Man mag denken, das sei zu belanglos, als dass man sich darüber beschweren könnte, aber die Tatsache, dass er meine wiederholten Bitten, ihn runterzuklappen, ignorierte, ist ein Indikator für ein viel größeres Problem. Er respektiert mich nicht und auch nicht, was ich möchte. Okay, ich blinzelte und fragte mich, wieder mal, wieso meine Eltern das Bedürfnis verspürten, sich über ihre Eheprobleme bei mir zu beschweren. Ich war deren Kind, kein Ehetherapeut, und ihre Beziehungsturbulenzen brachen mir das Herz. Meine Mutter atmete schwer aus. Er ist rücksichtslos. Er hat sich noch nie um meine Probleme gekümmert. Ich habe mich um sein Haus gekümmert, habe sein Kind aufgezogen, ich liebte es natürlich, das zu tun, und ihm jeden Abend Essen gemacht. Nicht, dass er sich überhaupt jemals angeschickt hätte, rechtzeitig zum Essen zu kommen. Dein Vater ist ein totaler Workaholic. Ich kann mich nicht einmal erinnern, wann er mich das letzte Mal ausgeführt hat. Als ich ihr dabei zuhörte, wie sie sich über meinen Vater beschwerte, bekam ich einen harten Knoten im Magen. Weißt du, was noch rücksichtslos ist, Mama? Ich legte meine Hand auf ihre Schulter, als wir auf die letzte Stufe schritten. Bei jemandes Arbeitsplatz aufzutauchen und ihn von der Arbeit abzuhalten. Sie verdrehte die Augen, als sie auf den Sand schritt. Du bist so fokussiert auf deine Karriere, genau wie dein Vater. Nichts ist wichtiger als die Menschen, denen etwas an dir liegt. Beziehungen sind der Sinn des Lebens. Habe ich dir denn nichts beigebracht? Du verstehst es nicht, Mama, ich rubbelte mir die Schläfen, hoffte, dass keine der Frauen auf dem Rückzugstrip hören würde, wie meine Mutter mich anlaffte. Dieser Rückzugstrip ist die Chance meines Lebens. Wenn das gut läuft, habe ich für die kommenden Jahre ausgesorgt. Ich werde mehr sein als nur ein eingeschüchtertes Mädchen, da das College verlassen hat. Ich werde jemand sein, den ich respektieren kann. Die Arbeit muss jetzt an erster Stelle stehen. Du hörst dich genau wie dein Vater an, sagte sie und machte ein TSS-TSS-Geräusch. Er hatte sich immer eine Menge Ausreden einfallen lassen, um die Arbeit zur Priorität zu machen. Eine bevorstehende Beförderung, ein neuer Kunde, den er beeindrucken musste, was auch immer dir einfällt. Möchtest du wissen, wann die Arbeit aufhörte, an erster Stelle zu sein? An dem Tag, an dem ich ihn verlassen hatte. Möchtest du, dass deine Zukunft so aussieht? Ein Hunter nach dem anderen. Dann begreifst du eines Tages, dass alles, was du vom Leben hast, haufenweise Arbeit, unerfüllte Träume und Reue sind. Mein Atem wurde knapp und mein Herz schlug. Natürlich nicht, sagte ich zu ihr, dachte daran, wie ich Prodi der Arbeit wegen versetzt hatte. War das genau so gewesen, wie mein Vater meine Mutter behandelte? Aber ich bin nicht einmal verheiratet. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun, ich hielt inne. Oder tun sie das doch? Ich schüttelte meinen Kopf, nahm dann ihren Arm, in der Hoffnung, sie zurück zum Auto zu begleiten. Super Gespräch, wir sollten das irgendwann mal wiederholen. Weißt du, zum Beispiel dann, wenn ich mit dem Rückzugstrip fertig bin. Mit einem feuchten Auge drehte sie sich zu mir und riss ihren Arm los. Ich muss mit dir reden. Dein Vater ist so zugänglich wie eine Ziegelmauer. Wenn du dich nicht änderst, wirst du genauso werden wie er. Ich wich mit einem Seufzen zurück. Ich war sowas von nicht wie mein Vater. Oder? Ich will was Besseres für dich, Olivia. Ich möchte nicht, dass du die richtige Person aus falschen Gründen verpasst. Ein Bild von Brodi schoss mir in den Kopf. Ich wollte ihn nicht verpassen. Ich wollte auch meine Eltern glücklich sehen. Du hast so, recht, sagte ich und dachte an meine kürzlichen Unterhaltungen mit Papa. Der Mann hatte mich angerufen und behauptet, er bräuchte meinen Rat, aber er hörte auf kein Wort, das ich zu ihm sagte. Ich kickte gegen einen kleinen Stein und etwas Sand schoss in die Luft. Er steckte fest, wo Greta feststeckte, etwas wie ein Liebeslimbo. Ich weiß, dass ich recht habe, sagte Mama und hakte sich bei mir ein. All die kleinen Enttäuschungen häufen sich an zu einem verheerenden Scheitern deiner Ehe. Und unser Sexleben? Okay, warte mal, ich hob meine Handflächen und ließ von ihrem Arm ab. Wir müssen einige Grundregeln haben. Alles, was in eurem Schlafzimmer passiert, ist strikt verboten. Na ja, es war ja nicht immer im Schlafzimmer, sagte sie und kicherte für sich selbst. Ich wollte wirklich erbrechen und war froh, dass sie nicht weitergesprochen hatte. Wir beide hielten am Wasserrand, die Gischt schlug kühle Wellen über meine Zehen. Ich konnte nicht aufhören, an meine Zeit mit Brody an diesem Strand zu denken. Beim Sonnenaufgang hatten wir uns hinter den Felsen vor Greta versteckt. Ich lächelte. Beim Lagerfeuer, als wir uns in die Augen blickten und eine Verbindung da war, die ich vorher nicht kannte. Vielleicht hatte meine Mutter recht. Ich hätte nicht die Arbeit meiner aufblühenden Beziehung vorziehen sollen. Aber ich hatte Angst, das Risiko wieder einzugehen. Mich meiner Karriere zu widmen, schien als die sicherere Option. Wenn das die bessere Wahl war, würde ich mich dann so dermaßen traurig darüber fühlen? Ich spürte einen Anflug von Mitgefühl für meine Mutter, weil mein Vater sie vernachlässigt hatte. Das war jedoch kein Grund, fremd zu gehen. Dann erinnerte ich mich, wie mein Vater sagte, dass Mutter ihm gesagt hatte, sie und Junior seien nur Freunde. Die Umstände waren gewiss fragwürdig gewesen, aber hätte das jemals wirklich stimmen können? Mama, ich drehte mich zu ihr, brauchte eine Antwort. Hast du eine Affäre mit diesem Typen, Junior, der immer bei dir zu Hause ist? Sie antwortete borstig, nein. Das tue ich nicht. Ich bin immer noch eine verheiratete Frau, sie tätschelte meinen Arm, als ich gewaltig erleichtert ausatmete. Dann drehte sie ihr Gesicht zur Villa. Also, ich habe keine andere Wahl, als die Scheidung einzureichen, sagte sie und dann liefen wir in die Richtung zurück, aus der wir gekommen waren. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich stand wie versteinert einen Moment lang an der Stelle und sah ihr mit offenem Mund hinterher. Ich schluckte den Kloss in meinem Hals runter, eilte, um meine Mutter einzuholen, mit allen möglichen Arten von schrecklichen Gedanken, die mir durch den Kopf schwirrten. Meine Eltern ließen sich scheiden. Irgendwie wusste ich ja, dass das Ende nahte, aber es tat weh, die Worte zu hören. Das Einzige, was mich jetzt noch irgendwie trösten konnte, wäre, mit Brodi zu sprechen. Ich zog mein Handy aus meiner Jackentasche und schaute auf den Bildschirm. Das blaue Licht leuchtete und benachrichtige mich, dass ich eine Nachricht hatte. Ich tippte auf das Icon mit dem Umschlag und rief die Nachricht ab von Erika, du hast wirklich Einsatz gezeigt, Olivia. Ich habe mit den Besitzern gesprochen und wir haben beschlossen, dich zur Leiterin der Fischabteilung zu befördern. Herzlichen Glückwunsch. Leiterin der Fischabteilung im The Market? Meine Güte, genau das, was ich immer schon wollte nicht. Enttäuschung machte sich in mir breit. Ich hatte gehofft, dass die Nachricht von Brody war, aber anscheinend hatte er nicht vor, mir zu antworten. Nachdem ich mit meiner Mutter gesprochen hatte, schämte ich mich dafür, Brody letzte Nacht versetzt zu haben. Ich musste Prioritäten setzen, damit ich nicht alleine endete, ohne den Menschen, den ich liebte. Moment mal. Liebe? Warme Gefühle überfluteten mich, aber ich musste sie aussortieren, ehe ich sie bezeichnen konnte. Eines war aber sicher. Anstatt darauf zu warten, dass Brody anrief oder textete, musste ich zu ihm gehen und mich entschuldigen. Die Entscheidung allein ließ mich schon Erleichterung empfinden. Ich begleitete meine Mutter zu ihrem Auto, umarmte sie und sagte ihr, dass ich sie liebte. Ich wartete, bis sie durch das Tor fuhr, ehe ich meine Aufmerksamkeit auf das Haus nebenan lenkte. In meinen Schritten war so ein Federn, während ich über den Rasen lief. Bevor ich zur Grenze des Grundstücks kam, fiel meine Aufmerksamkeit auf ein Pärchen am Strand. Zuerst dachte ich, das seien Amy und Pete, da sie mir so sonderbar bekannt vorkamen. Ich lief auf die Treppe zu, um einen besseren Blick erhaschen zu können, dann hielt ich an, als ich die sonnengebräunte Haut, das goldene Haar und den soliden Körperbau des Mannes erkannte. Die Frau war mit dem Rücken zu mir gedreht und ihre Haare fielen über ihre Schultern und über ihr enges Jogging-Outfit. Brody und Taylor. Es wurde mir flau im Magen und ich bückte mich, hielt meinen Bauch fest, als hätte mir jemand in die Magengrube geschlagen. Er hatte seine Hand auf Taylors Arm und sie schauten einander in die Augen hatte ich wirklich so ein Talent dafür, die Typen zurück zu ihren Exen zu schicken? Nein, das war doch verrückt. Gerade, als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden, stellte sich Taylor auf ihre Zehenspitzen und presste ihre Lippen auf Brodys Mund. Mein Magen tobte. Ich rannte so schnell ich konnte auf das Haus zu. Ich hatte einen Fehler gemacht, indem ich mich Brodi gegenüber geöffnet hatte, so einen schrecklichen Fehler, ihm meine Gefühle anzuvertrauen. Dieses Mal würde kein Buch der Welt den reißenden Schmerz aufhalten können, der mein Herz aufgeschnitten hatte. Kapitel 21 Als ich ins Haus rannte, stieß ich fast mit Sylvie zusammen, die den Flur mit einem Mimosa-Cocktail in der Hand entlang lief. Sie wich schnell aus und ich hatte vor, an ihr vorbeizueilen, mich in meinem Zimmer einzuschließen und so richtig auszuheulen. Aber ich konnte vor niemandem einfach zusammenbrechen. Ich war jetzt die Anführerin und ich musste stark sein. Nicht nur für die Frauen, sondern auch für mich selbst. Meine Brust und meine Lungen verkrampften sich vor Schmerz und der Gedanke daran, wie Taylor Brody küsste, spielte sich immer und immer wieder in meinem Kopf ab. Ich konnte nicht aufhören zu denken. Dass man Männern nicht vertrauen konnte und dass Gretas Titel Männer, wer braucht die schon? Sogar noch brillanter war, als ich zuerst angenommen hatte. Ich wollte schreien, ich nicht. Ich brauche keinen einzigen von ihnen, vor allem nicht Brodie Mitchell. Stattdessen drehte ich mich zu Sylvie und zwang mir ein Lächeln ab. Genießt du den Morgen? Dein Mimosa-Cocktail sieht lecker aus. Vielleicht hole ich mir auch einen, oder 20. Sie legte eine Hand auf meinen Arm. Geht es dir gut? Klar, quietschte ich, während mein Hals sich zu einem Kloss zusammenzog. Ich bin okay. Oh, Olivia, sagte sie mit einem mitfühlenden Blick. Du musst mir nichts vormachen. Erinnerst du dich, wie wir vor ein paar Nächten darüber gesprochen hatten, dass man mit seinen Gefühlen ehrlich umgehen sollte? Ich möchte nicht neugierig sein. Aber ich habe dich vorhin mit einer Frau gesehen und du hast ziemlich aufgewühlt gewirkt. War das deine Mutter? Gibt es Probleme in deiner Familie? Wie ich schon sagte, ich möchte nicht neugierig sein, aber wir sind Freunde. Du kannst mit mir reden. Ich sehnte mich danach, ihr alles zu erzählen, auch wenn ich sie kaum kannte. Der Druck, der sich in meiner Brust aufbaute, war dabei zu explodieren, wenn ich ihn nicht bald ablassen würde. Ich kämpfte damit, mich zusammenzureißen, meine Tränen wegblinzelnd. Süß von dir. Aber ich bin für den Rückzugstrip verantwortlich und du bist hier ein Gast, ich presste meine Lippen zusammen. Es ist mein Job, sicherzustellen, dass du die Zeit genießt. Tust du das? fragte ich. Sie schaute mich skeptisch an, aber dann sagte sie, der Rückzugstrip ist umwerfend. Ich lerne so vieles über mich selbst indem ich mir Zeit für die Tagebucheinträge lasse, die Diskussionen mit den anderen Frauen, die Events, sie atmete zufrieden aus. Ich fühle mich so stark, wenn ich mich auf mich selbst und auf meine Freundschaften konzentriere. Ich wünschte, wir könnten als nächstes Bullen reiten oder so. Das plane ich für den nächsten Rückzugstrip, ich spie ein Lachen aus und wurde im nächsten Moment ernüchtert. Wer weiß, ob es den date noch einmal geben würde. Bietest du deine Dienste ausschließlich für solche Rückzüge an? Sie legte sich einen Arm über ihre Mitte, den anderen Ellbogen haltend, und nippte an ihrem Mimosa-Cocktail. Ich habe das Logo für Olivia's Occasions bemerkt und die Ausdrucke für den Rückzugstrip, aber ich war mir nicht sicher, ob du neue Kunden annimmst. Oder, ob dich Greta für sich alleine stiebitzt hat. Ich wünschte, das wäre so, sagte ich. Wusste ihr Vertrauen in mich zu schätzen und die Tatsache, dass sie mich von meiner Trauer ablenkte. Da das hier der erste Rückzugstrip dieser Art ist, wird Greta nach den zwei Wochen evaluieren und entscheiden, ob sie mehr solcher Rückzüge machen wird. Ich wäre ja zu gerne die exklusive Eventplanerin für den Dateentzug, aber ich muss einfach abwarten und sehen, wie es sich entwickelt. Mein Herz schlug in einem ruhigeren Rhythmus. Ich war eine unabhängige Frau. Na ja, fast. Darf ich fragen, was du beruflich machst? Ich bin die Geschäftsführerin des Blue Moon Country Clubs, sie wurde leicht rot und sah runter auf das Tulpenglas in ihrer Hand. Wir haben uns hier so auf unsere Privatleben konzentriert, dass es sich fast aufdringlich anhört, über den Beruf zu reden. Ehrlich gesagt war der Rückzugstrip sehr erfrischend. Die Anforderungen meines Jobs haben mich in letzter Zeit überfordert. Ich weiß, wovon du sprichst, sagte ich und spürte einen Anfall von Eifersucht. Der Rückzugstrip war voller Desaster gewesen, die unmittelbarer Aufmerksamkeit bedürften, um nicht zu sagen kreativer Lösungen, aber ich hätte das immer noch meinem langweiligen Job bei The Market jeden beliebigen Tag in der Woche vorgezogen. Sylvie schien die Veränderung in meiner Stimmung bemerkt zu haben und sagte, einer der Hauptpunkte bei diesem Rückzugstrip ist der, dass wir die Beziehung zueinander stärken sollen, nicht wahr? Sie lächelte mich an. Ich möchte dich nicht drängen oder so, aber ich würde wirklich liebend gern zuhören, falls du mal jemanden zum Zuhören brauchst. Ihre Freundlichkeit katapultierte mich durch meine Unsicherheiten hindurch und Tränen quollen mir in den Augen auf. Ich wischte sie mir mit dem Handrücken weg. Du hast recht. Das vorhin war meine Mutter. Sie und mein Vater lassen sich scheiden und beide haben sich diese Woche entschlossen, mich damit hineinzuziehen, um bei ihren Unstimmigkeiten zu vermitteln. Oh, das scheint mir wirklich schrecklich unfair zu sein. Komm mit, sie hakte sich bei mir ein und führte mich den Flur entlang ins Esszimmer. Sie nahm einen Mimosa-Cocktail vom Tisch und reichte mir das Tulpenglas. Dann ließen wir uns beide in die Stühle fallen. Meine Eltern haben sich scheiden lassen als ich noch im College war, so dass ich weiß, wie es ist, zwischen zwei Fronten zu stehen. Sie hatten bis zur Woche der Abschlussprüfungen gewartet, um getrennt zum Campus zu fahren und mir von ihrer Entscheidung zu erzählen, dass sie sich trennen wollten. Ich schüttelte meinen Kopf, nahm einen Schluck des süßen, prickelnden Getränks. Was ist denn nur los mit den Eltern, die unser Leben im ungeeignetsten Moment stören? Greta muss darüber ein Buch schreiben, Genau, lachte sie, presste sich eine Hand an ihre Brust. Mein Vater war tatsächlich bei mir im Unterricht aufgetaucht. Der Professor hatte ihn gebeten, persönliche Probleme außerhalb des Klassenzimmers auszumachen, oder er würde mich wegen Betruges durchfallen lassen. Nicht, dass mein Vater mir die Antworten gegeben hatte oder so, aber die Szene hatte mich gedemütigt. Eltern, mein Ton versicherte ihr, dass schon ein Wort alles sagte. Ich sank auf den Tisch und begriff, wie gut es meinen Nerven tat, bei einer Freundin diesen ganzen angestauten Stress wegen meiner Eltern abzulassen. Weißt du, was traurig ist? Ich nahm noch einen Schluck des Mimosa-Cocktails. Mein Vater möchte, dass meine Mutter zu ihm zurückkommt. Er ist bereit, alles dafür zu tun. Er hat sogar ein singendes Telegramm gebucht, das meiner Mutter ihr Hochzeitslied laut vorsang. Das hat er nicht, lachte sie und trank ihr Getränk aus. Darf ich fragen, welches? Greased Lighting, ich warf ihr einen Oh ja, das ist mein Ernst, Blick zu und wir beiden mussten laut lachen. Sie haben sich kennengelernt, als sie seitlich der Straße mit einem Plattenreifen stand und er anhielt, um ihr zu helfen, sagte ich und seufzte wegen der ironischen Romantik des Ganzen. Das erinnerte mich an die Aktivität, bei der wir Reifen gewechselt hatten und wie schön es sich angefühlt hatte, Brody an meiner Seite zu haben. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Sie hob ihre Augenbrauen und senkte sie wieder, als ich nickte. Bitte deine Eltern, selbst ihre Angelegenheiten zu regeln. Sie können dich nicht weiterhin zwischen sich hin und Herz erren. Mach dein Handy aus. Blockiere ihre Nummern. Versteck dich, wenn sie an der Tür aufkreuzen, sie stand auf, um uns zwei neue Mimosa-Cocktails zu holen. Ganz im Ernst, es ist sehr hart, zu sehen, wie die Eltern sich trennen. Wenn du eine Freundin brauchst, ich bin für dich da. Danke, sagte ich dankbar. Silvies Rat war gut gewesen, aber ich wusste auch, dass das Verstecken bei meinen Eltern nicht funktionieren würde. Sie würden einfach hereinplatzen und mich finden. Aber zu wissen, dass ich eine Freundin hatte, die es nachempfinden konnte, half. Ich dachte mir, ich würde in naher Zukunft Silvies Angebot noch annehmen. Also, nicht, dass ich das Thema wechseln wollen würde oder so, aber geht es Greta gut? Ich habe sie seit letzter Nacht nicht gesehen, als sie, du weißt schon, und ich mache mir Sorgen um sie. Ich stöhnte innerlich. Der einzige Weg, Greta zu helfen, wäre mit Brody zu sprechen und von seiner Unterhaltung mit Scotty zu erfahren. An diesem Punkt war ich mir nicht sicher, wie ich das schaffen sollte, wenn ich überhaupt nicht mit Brody sprach. Ich lasse ihr Zeit zum Trauern, sagte ich knapp. Man sagte, Zeit heile alle Wunden, aber ich konnte mir nicht vorstellen, den Schmerz in meiner Brust wegen Brodis Betrug irgendwann mal loszuwerden. Wir haben sie mit Pfefferminzeis mit Schokostücken und Frauenfilmen überladen. Ich dachte mir, das könnte nicht schaden, sagte ich lächelnd. Sie kicherte. Ehrlich gesagt, ich war beeindruckt davon, wie du den Rückzugstrip gehandhabt hast, als Greta nicht mehr dazu in der Lage war. Muss sehr stressig gewesen sein, aber du hast deine Professionalität durchgehend behalten. Danke, sagte ich und spürte ein Gefühl von Zufriedenheit. Vor diesem Gespräch hatte ich mit Silvi nur Höflichkeiten ausgetauscht und ich war begeistert, dass sie so ein positives Feedback für mich hatte. Auch wenn Greta mich nicht für weitere Trips buchen würde, so war meine Zeit doch gut investiert gewesen, weil ich diese wunderbaren Frauen kennenlernen durfte. Jetzt hatte ich haufenweise Freundinnen, die mir den Rücken frei hielten. Hör zu, Olivia, wenn du reden möchtest, bin ich für dich da. Vergiss das nicht. Jetzt aber muss ich noch ein paar Tagebucheinträge vor dem Mittagessen schreiben, sagte sie und neigte sich zu mir, um mich zu umarmen. Natürlich, sagte ich und drückte ihren Rücken. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und danke für das Gespräch. Als Sylvie wegging, atmete ich tief ein und spürte die Kraft aller Frauen beim Rückzugstrip. Sylvie war eine intelligente, professionelle Frau und ihre Komplimente bedeuteten mir so viel. Gerade als mein Selbstvertrauen wieder stieg, tauchte das Bild von Brody und Taylor wieder in meinem Kopf auf und meine Gefühle stürzten um mich herum ein. Um dem Ganzen noch eine Krone aufzusetzen, hatte ich unsere Nachbarn bereits zur Gruppenaktivität morgen eingeladen. Würde Brody auftauchen? Schlimmer noch, würde er Taylor mitbringen? Ich ließ meine Stirn auf den Tisch fallen und dachte mir, dass ich jetzt mehr als je zuvor die Unterstützung von Freunden brauchte. Kapitel 22 Als ich am nächsten Morgen aufwachte, entschlossen, unser nächstes Event mit dem treffenden Namen Köder-Champion vorzubereiten, lief es gut, auch wenn ich nur zwei Stunden geschlafen hatte. Es würde drei Wettbewerbe geben und jede Frau würde mit einem der Feuerwehrmänner ein Pärchen bilden. Die Idee war, der Versuchung, dem Champion im Ködern, zu widerstehen, indem man den männlichen Partner genauso wie jede andere Freundin behandelte. Auch wenn eine Freundin niemals so gemein wäre und hinter deinem Rücken mit dem Ex knutschen würde. Was auch immer. Wir versammelten uns am Strand zum Frühstück. Die Frauen schienen in guter Stimmung zu sein, während wir auf unsere Nachbarn warteten, und ich freute mich sowas von nicht darauf, Brody zu sehen. Er hatte nicht angerufen oder geschrieben, um sich zu entschuldigen, dass er mich zuerst dazu gebracht hatte, ihn zu mögen, und mich dann angelogen hatte, also konnte ich nur hoffen, dass er nicht die Frechheit besaß, aufzukreuzen. Kommt zusammen, meine Damen, sagte ich und klatschte mir einige Male in die Hände. Greta erklärt die Spielregeln, bevor die Jungs kommen, passt also auf. Greta hatte endlich ihren eigenen Ratschlag angenommen und sich heute Morgen ordentlich angezogen. Sie trug eine Leinenhose, ein auberginefarbenes Oberteil und ihr dunkler Bob umrahmte gepflegt ihr Kinn. Sie trug sogar Make-up, das die geschwollenen Augen versteckte. Sie sah wieder wie eine prominente aus. Wie sie sich innerlich fühlte, war nochmal eine komplett andere Geschichte. Aber ich freute mich, dass sie sich zu uns gesellt hatte. Guten Morgen, Damen, Greta benutzte ihre typische trällernde Stimme, als sie mit erhobenem Kinn nach vorn schritt. Die drei Aufgaben werden euch mit euren Partnern in nahen Kontakt bringen, aber unter keinen Umständen dürft ihr flirten. Wenn ich euch dabei erwische, wie ihr auch nur eine Wimper aufschlagt, verliert ihr die Runde. Die Frau, die es mit ihrem Partner durch alle Runden schafft, gewinnt einen Gutschein für einen Wochenentrieb für zwei im Inn in Blue Moon Bay. Wie ihr diesen Gutschein nutzt, ist ganz euch selbst überlassen, sagte sie zwinkernd. Die Damen kicherten und meine Mundwinkel verzogen sich nach oben. Meine Mentorin war zurück. Ich teile euch willkürlich ein. Viel Glück, meine Damen, sie schwang ihren Arm in großem Stil zur Nachbarstreppe, von wo die Männer auf uns zukamen. Mein Magen verknotete sich, als mein Blick auf Brodi fiel dann schoss ein betrügerisches Zischen durch mich hindurch. Seine blonden Haare waren nach hinten gekämmt und er trug ein weißes, kurzärmliges Shirt mit Knöpfen, das seine gebräunten Muskeln perfekt in Szene setzte. Schluck. Als ich sah, dass auch Taylor über den Rasen angelaufen kam, fiel mir die Kinnlade runter. Wie unbeschreiblich unhöflich von Brody, sie mitzubringen. Wollte er mir ihre wiederentfachte Romanze unter die Nase reiben? Na ja, ich lehnte es ab, ihm die Genugtuung zu geben und so auszusehen, als würde die Situation mich berühren. Räusper. Ich drehte mich, um nach Charlie zu sehen, AKA die beste Freundin, die mir den Rücken frei hielt, die in der Nähe stand und mich mit einem Blick anschaute, den ich nicht deuten konnte. Aus dem Augenwinkel sah ich Brody direkt auf Greta zugehen. Was zum? Sie sprachen kurz, dann zielte sie mit ihrem Blick auf mich und hielt ihn. Mein Magen zog sich zusammen und Wut machte sich breit. Wie konnte er es wagen, meinen Rückzugstrip zu ruinieren, indem er Greta belästigte? Lasst uns mit der ersten Köderchampion-Aufgabe beginnen, rief Greta freudig. Ich konnte da Selbstvertrauen in ihrer Stimme hören, was auch das ganze Ansinnen des Rückzugstrips war. Aber sie war seit der Nacht, in der sie Scully Mitchell gesehen hatte, am Boden zerstört gewesen. Wie konnte es sein, dass sie jetzt darüber hinweg war? Sie musste mich in ihr Geheimnis einweihen. Olivia, Liebes, sie lächelte mich an und krümmte ihren Finger. Du bildest ein Pärchen mit Brody. Ein merkwürdiges Summen erfüllte meine Ohren. Ich hörte nichts mehr von dem, was sie sagte, aber ich lief auf Charlie zu. Die gerade mit Wyatt gesprochen hatte, als Brody auf mich zugeschlendert kam. Sein attraktives Gesicht war zu einem sturen Starblick konzentriert, was ihn unglaublich heiß aussehen ließ. Mein Entschluss, ihn zu verabscheuen, wackelte und ich hatte das starke Bedürfnis, meine Arme um ihn zu schlagen. Ich vergrub meine Füße im Sand. Nicht in einer Million Jahren würde ich mich meinem Bedürfnis entsprechend verhalten. Alles, was ich tun würde, wäre ihm zu zeigen, dass es mich nicht berührte und seine Entscheidung, wieder mit Terrell zusammenzukommen, in keinster Weise an mir nagte. Hallo, Olivia, sagte er und starrte mich mit einem so intensiven Blick an, dass ich physisch die Hitze zwischen uns spüren konnte. Er berührte meinen Arm, aber ich zog ihn hinter meinen Rücken, in der Hoffnung, dass die anderen Frauen nicht bemerkt hatten, wie unangenehm mir das war. Wir müssen reden, sagte er. Ich arbeite, sagte ich und kämpfte mit dem Bedürfnis, meine Augen zu verdrehen. Ich hatte ihm nichts zu sagen. Na ja, nichts Schönes jedenfalls. Und nichts, von dem ich wollen würde, dass es die anderen Frauen mitbekamen. Wieso bist du nicht ein Pärchen mit Taylor? Greta hatte das nicht mitbekommen aber ich hatte mir bereits wyatt als partner ausgesucht ich schritt auf wyatt zu und hakte mich bei ihm an den merkwürdigen blick von charlie ignorierend viel glück beim wettbewerb aber wir machen euch fertig brody runzelte die stirn und sein blick wanderte zu wyatt der der wahrheit zuliebe wirklich etwas nervös deswegen aussah weil ich neben ihm stand ich lockerte meinen griff indem ich seinen arm hatte ups Gut, meine Partnerin ist Charlie. Er stellte sich neben sie und lächelte sie an. Dann drehte sie sich zu mir und zuckte mit der Schulter. Taylor kann mit Mark ein Pärchen bilden. Du lässt Taylor hängen?", fragte ich. Greta starrte uns an und sogar das tosende Meer schien eine Pause zu machen und abzuwarten, was als nächstes passieren würde. Aber ich hätte schwören können, ich hätte Gretas Mundwinkel zittern sehen. Hat jetzt jeder einen Partner, sie hängte sich eine Goldkette um den Hals, an der eine pinke Pfeife hing. Die erste Aufgabe ist ein Dreibeinrennen. Brody kam an mich heran und neigte sich zu meinem Ohr. Wir müssen über mein Mittagessen mit Scotty reden. Nein, danke, sagte ich, drehte ihm den Rücken zu, als Janine uns Stofffetzen gab, mit denen wir unsere Beine aneinander binden sollten. Ich flitzte zu weit. Wir können diesen Wettbewerb sowas von gewinnen. Du bist offensichtlich super stark. Ich drückte seinen Bizeps und Charlie lächelte mich amüsiert an, als sich Würths Augen weiteten, ehe er sich bückte, um unsere Beine anzubinden. Brody blickte finster drein und einen Moment lang spürte ich ein Fünkchen von Schuldgefühlen. Dann kam mir wieder dieses Bild hoch, wie Taylor ihn küsste. Wenn wir schon von der Verräterin sprachen, sie schlängelte sich zu Brody und tippte ihm auf den Arm. Genau vor meinen Augen. Inzwischen hatte sich Weihe zu Charlie geneigt und zwinkerte ihr zu. Ich war so glücklich, ihre errötende Reaktion zu sehen. Vielleicht hatte sie es sich doch anders überlegt und würde ihn daten. Nachdem ich damit fertig gewesen war, ihn mit Komplimenten zu überhäufen, um Brody zu zeigen, dass es mir egal war, was er und das Fräulein Bikini-Blondine taten. Alle auf die Plätze, rief Greta, hatte an jeder Seite ihres Mundes ihre Hände, die ein Megafon ersetzen sollten. Auf die Plätze, fertig, los, schrie sie und blies in ihre pinke Pfeife. Ich sah rüber zu Brody, im selben Moment, in dem Wyatt loslief. Die Bewegung schleuderte mich nach vorn, erwischte mich aber unvorbereitet. Ich stolperte ihm nach und schoss nach vorn. Langsam da drüben, sagte Wyatt, als er mich fing. Ich krallte mich an seinem Arm fest. Danke, dass du mich gerettet hast, starker Mann, sagte ich und wollte meine Augen dabei verdrehen, so lahm hörte sich das an. Brody schaute mir nach und wegen seiner plötzlichen Bewegung war Charlie gestolpert sodass sie auf einem Haufen auf dem Boden landeten. Ich spürte einen Andrang von Eifersucht, als sie beide loslachten. Das Rennen war so schnell vorbei, dass Wyatt und ich nicht einmal die Chance hatten, zurück ins Rennen zu steigen. Brody half Charlie auf, als Mark und Taylor mit Riesengrinsen auf den Gesichtern auf uns zugejockt kamen. Wir haben gewonnen, piepste Taylor und nahm eine Pose ein, die sie wie ein Model aus einer Spielshow aussehen ließ. Herzlichen Glückwunsch, sagte Wyatt. Sein Blick wanderte dann zu Charlie und seine Mundwinkel schossen nach oben. Sieht aus, als hätten wir ernstzunehmende Konkurrenz, spaßte er. Ich seufzte und wollte ihn daran erinnern, dass ich seine Partnerin war. Und nicht Charlie. Er konnte sie nach dem Wettbewerb haben. War das wirklich zu viel verlangt? Als wir alle unsere Beine zusammentaten, lehnte sich Brodi wieder zu mir. Wieso hast du mich letzte Nacht versetzt? Sein blauäugiger Blick schoss durch mich und meine Brust flatterte. Wir hatten Pläne, ich sagte dir doch, es sei wichtig. Ich dachte, du würdest für mich da sein, sagte er in einem verletzten Ton. Weißt du was? Ich hatte es tatsächlich bereut, dass ich meine Arbeit einem Treffen mit dir vorgezogen hatte bis ich gesehen habe, dass du gestern Nacht am Strand Pläne mit Taylor und deinen Lippen gemacht hast, sagte ich schnippisch. Er zuckte zusammen und sein Kiefer zitterte. Du scheinst zu denken, dass du mich durchschaut hast, also mache ich mir erst gar nicht die Mühe und versuche, es zu erklären. Du hast mich aber um einen Gefallen gebeten. Im Gegenteil zu dir halte ich mein Wort. Wenn du was über mein Mittagessen mit Scotty wissen willst, dann frag ruhig. Wenn du noch daran interessiert bist, sagte er. Meinst du, du kannst mich besiegen, Brody? unterbrach Tere und setzte einen hübschen Schmollmund auf. Komm schon, sagte ich zu weit. Lassen wir sie alleine und gehen zur nächsten Aufgabe. Wir liefen rüber zu Greta, die mit einem Haufen Löffeln und einem Korb voller Eier dastand. Eierlaufen ist als nächstes dran, sagte sie mit ihrer trällernden Stimme. Ihr Gesicht strahlte und sie schien sich wirklich zu amüsieren. Vielleicht der Zucker aus dem ganzen Minzeis? Sie wedelte mit einem Löffel in der Luft herum. Gebt eurem Partner das Ei mithilfe des Löffels. Der einzige Haken dabei, ihr haltet den Löffel am Griff in eurem Mund. Die erste Gruppe, die drei Eier aus einem Korb in den anderen befördert, ohne sie kaputt zu machen, hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig. Los! Schrie sie und blies in ihre pinke Pfeife. Ich versuchte, mich auf Weihe zu konzentrieren, aber als ich auf den Löffelgriff biss, der einen schrecklichen metallischen Geschmack hatte, igitt, wanderte mein Blick zu Brody und ich drehte unbeabsichtigt meinen Kopf. Das Ei, das Weil zu mir befördert hatte, fiel schnell runter und landete mit einem Platsch im Korb. Ups! Mit dem zweiten passierte dasselbe. Ich hatte das dritte fast, aber ich war so darauf konzentriert, wie nahe sich Brody und Charlie kamen, dass ich dieses Ei auch fallen ließ, aber diesmal landete es auf meinem Fuß. Das Eigelb sickerte durch meine Sandale und zwischen meine Zehen. So ekelhaft. Seufzend drehte ich mich zu weit. Tut mir leid, dass ich den Wettbewerb in den Sand setze. Ich komme gleich wieder, gehe mir nur meinen Fuß sauber machen. Als ich zum Picknicktisch auf der Terrasse lief, quetschte sich das Ei zwischen meinen Zehen mit einem ekelhaft schleimigen Gefühl. Ich entfernte gerade den gelben Schleim aus meinem Schuh, als Brody neben mir auftauchte. Charlie und ich haben gewonnen, sagte er mit einem Grinsen. Tut mir leid, ich weiß ja, wie ehrgeizig du sein kannst. Vielleicht gewinnt ihr bei der nächsten Aufgabe, obwohl ich es bezweifle, sagte er mit einem Lächeln. Ich lächelte gestellt süß zurück. Na ja, wenn das hier ein Kusswettbewerb wäre, wette ich, du und Tere würdet den ersten Platz machen, sagte ich und ging. Mein Magen tobte wegen des Streits mit ihm, aber er war ja derjenige gewesen, der alles ruiniert hatte, nicht ich. Also versuchte ich, die Schuldgefühle aus meiner Gemeinheit zu verbannen. Als ich für die letzte Aufgabe in einen überdimensionalen Kartoffelsack kletterte, versuchte ich, nicht darauf zu achten, wie Brody seine Arme um Charlie legte. Auch wenn ich wusste, dass sie total auf Wyatt stand, konnte ich meine Eifersucht nicht unterdrücken. Trotz allem wollte ich immer noch, dass Brody's Arme um mich geschlungen waren. Wenigstens musste ich ihn mir nicht mit Taylor anschauen. Auf die Plätze, fertig, los, Greta blies in ihre Pfeife. Wir hüpften nach vorn. Auch wenn ich fest entschlossen war, dieses Mal zu gewinnen und Brody dazu zu bringen, das Gesagte zurückzunehmen, konnten Wyatt und ich keinen gemeinsamen Rhythmus finden. Wir stolperten ständig. Amy und Pete überholten uns, aber Brody und Charlie gewannen mit einem kleinen Vorsprung. Sie feierten das immer noch, als Greta plötzlich einen erdrosselten Schrei von sich ließ. Was machst du denn hier? Greta's Stimme war um einige Oktaven gestiegen, das hatte ich überhaupt nicht für möglich gehalten, und sie stand mit offenem Mund da. Wir alle drehten uns in die Richtung, in die sie geschaut hatte. Mein Herz rutschte mir in die Hose, als ich Scotty über den Sand schreiten sah. Mein Blick schoss zu Brodi. Was macht er hier? forderte ich. Ich habe ja versucht, es dir zu sagen, sagte er und zuckte mit der Schulter. Aber du wolltest mir ja nicht zuhören. Ich schaute erschrocken zu, wie Scotty auf Greta zumarschierte, mit einem entschlossenen Gesichtsausdruck. Ich hätte rüberrennen und ihn aufhalten sollen, aber meine Beine waren wie angewurzelt. Ich hatte meine Chefin gerade wieder in den Normalzustand gebracht, und ihn zu sehen, würde sie wieder zerstören. Es schien nur passend, als sich Taylor in dem Moment neben Brody stellte, genau dann, als meine Träume, die erste Adresse für Eventplanung in Blue Moon Bay zu werden, in Flammen aufgingen, zusammen mit jeglicher Hoffnung bezüglich Brody und mir. Kapitel 23. Die Wellen schlugen in rhythmischer Wildheit gegen das Ufer, etwa wie die Kopfschmerzen, die in meinen Schläfen pochten. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass dieser Köder Champion Wettkampf so etwas wie die letzte gelungene Gruppenunterhaltung werden würde, da sich der Rückzugstrip dem Ende näherte. Sieht aus, als ginge das auf meiner Rechnung. Und, na ja, Gretas. Sie schaute Scotty mit offenem Mund an. Ich dachte, es bestünde eine wirkliche Chance, dass sie umkippen oder sich zu einem Ball auf dem Sand zusammenrollen würde. Stattdessen ließ sie ein Heulen von sich dass die Unterhaltungen von allen Anwesenden abrupt durchschnitt. Ich schaute um mich herum und alle Augen, sowohl männliche als auch weibliche, konzentrierten sich auf Greta und Scotty, während sie am Strand standen und einander anstarrten. Ich streckte meinen Arm aus und griff mir Brody, Taylors Blick auf meiner Hand ignorierend. Was macht Scotty hier? zischte ich. Kannst du bitte dafür sorgen, dass er verschwindet? Wir können einen Zeitpunkt verabreden, wenn Greta sich mit ihm hinsetzen und privat sprechen kann, aber das hier ist nicht der richtige Zeitpunkt. Tut mir leid, schüttelte Brody seinen Kopf. Kann ich nicht machen. Greta kriegt wieder einen Nervenzusammenbruch, konterte ich, während die Brise vom Ozean meine roten Haare über mein Gesicht wehte. Ich strich sie nach hinten, bewunderte, wie gut der verwehte Look Taylor stand sowas von nicht fair. Scotty und Greta's Beziehung geht uns nichts an, und auch wenn sie uns etwas anginge, denke ich, die beiden sollten reden, er verschränkte seine Arme vor seiner Brust und ich versuchte die Art und Weise zu ignorieren, wie seine definierten Muskeln zum Vorschein kamen. Kommunikation kann falsche Annahmen aufklären, die Menschen machen, wenn sie zu viel Angst haben, das zu erkennen, was genau vor ihnen ist, sagte er und hob seine Augenbraue. Ich verschränkte meine Arme. Deutete er an, ich hätte Angst? Du bist ein Feuerwehrmann, kein Psychologe. Auch nicht ein Barkeeper, geschweige denn, dass du mir jemals erzählt hättest, wieso du in der einen Nacht in Scotties Bar gearbeitet hast. Er atmete aus. Ich tat Scotty einen Gefallen, weil er uns sein Strandhaus für zwei Wochen überlassen hatte. Das ist alles. Das sagst du mir jetzt? fragte ich ungläubig. Wie ärgerlich, dass er soeben den Grund ausgeplappert hatte, nachdem er meine Neugier so strapaziert hatte. Nur ein weiterer Grund, dass er niemals der Richtige für mich gewesen wäre und dass ich mich von seinem unverschämt guten Aussehen hatte blenden lassen. Brodis Gesichtsausdruck nach zu urteilen, konnte man erkennen, dass es ihm leid tat, für das, was mit Greta passierte, und einen Moment lang fühlte ich mich ein bisschen schuldig, weil ich so schlechte Dinge von ihm dachte. Aber dann sah ich zu Tere und mein Herz wurde zu Stein. Jede Lektion, die uns Greta beigebracht hatte, brodelte in mir auf. Hätte ich eine Telefonzelle, hätte ich mich in ihr in einen Anzug für unabhängige Frauen umgezogen, der die Superkraft hatte, lahme Typen zu vernichten, die Frauenherzen brachen. Nun gut. Wenn du nichts gegen Scotty unternimmst, dann tue ich es, sagte ich und schritt durch den Sand. Greta, sagte ich und stellte mich zwischen sie und Scotty, die einander anstarrten. Ich bemerkte, wie sich die Gruppe in einem losen Kreis um sie herum versammelt hatte, einige von ihnen flüsterten untereinander. Ich legte meinen Arm um ihre Taille. Ich bringe dich hier weg, sagte ich mit leiser Stimme. Ja, Bitte, sagte sie und schaute mich durch ihre tränengefüllten Augen an. Wieso ist er hier? Ihre Stimme brach, als wir weggingen. Dann blinzelte sie, runzelte die Stirn und drehte sich auf ihrem Satinsteckelschuh prompt um, um ihn zu konfrontieren. Wieso bist du hier? sagte sie in einem groben Ton. War es völlig falsch, dass ich seine Antwort hören wollte? Mein Gesicht spannte sich an, als ich mich zu Scotty drehte und sah, wie sich auf seinem attraktiven Gesicht Dutzende von Emotionen abwechselten. Er sah aus wie eine etwas ältere Version von Brody und ich fragte mich, wie viele Jahre Altersunterschied wohl zwischen ihnen lagen, auch wenn dies ganz offensichtlich nicht der Zeitpunkt war, um darüber nachzudenken. Scotty machte einen Schritt auf Greta zu und hielt dann an, seine Arme als verletzliche Geste weit geöffnet. Dann sagte er mit einer warmen Stimme, ich liebe dich immer noch. Greta zitterte in meinen Arm, also hielt ich sie fest. Ich war mir nicht sicher, ob sie Scottys Geständnis als gute oder schlechte Neuigkeit auffasste. Ich meine, da war ja immer noch die verdächtige Frau auf dem Boot, um die man sich Sorgen machen musste. Hatte Brode schon mit Scotty über sie gesprochen? Wie kannst du mich immer noch lieben? fragte sie und ließ einen langen, schmerzhaften Seufzer von sich. Weil es wahr ist, er kam näher heran, sein Blick klebte auf ihrem Fest. Ich habe dein Buch, Männer, wer braucht die schon? Gelesen, Dutzende von Malen. Du warst schon immer diese lebhafte, unabhängige Frau, von der du geschrieben hast, dass du es gern wärst. Ich verstehe nicht, wieso du mich verlassen musstest, um dich auf deine Karriere zu konzentrieren und dieses Buch zu schreiben. Du hättest meine volle Unterstützung gehabt. Er neigte seinen Kopf zur Seite und machte eine Grimasse. Na ja, vielleicht mit Ausnahme des Titels. Greta zog sich aus meinem Griff und presste ihre Handflächen auf ihre Stirn. Mein Herz brach wegen ihr, weil ich wusste, wie sie sich fühlte. Ich war auch betrogen worden. Zusätzlich zur Wut und zum Schmerz war da immer noch das Gefühl, dass man gerne eine Entschuldigung hätte oder hoffte dass der Betrug doch nicht stattgefunden hatte. Ich habe dich nicht verlassen, um mich auf meine Karriere zu konzentrieren, sie warf ihre Arme mit einer weiten, furchterregenden Geste in die Luft. Alle machten einen Schritt zurück, ich auch. Scotty blieb, wo er war, und sie kam näher an ihn heran. Ich habe dich auf dem Boot mit dieser Frau gesehen, sagte sie. Ihre Worte hingen dick in der Luft, als ein kollektives Keuchen die Runde machte und die Geräusche der Wellen übertönte, die auf das Ufer zueilten. Scotty hielt seine Handflächen nach oben, schaute herum mit einem Ausdruck, der beteuerte, dass er keine Ahnung hatte, von welcher Frau Greta da sprach. Na sicher, Kumpel. Schließlich fragte er, welche Frau, Greta? Sie war groß, blond und ziemlich attraktiv, sie legte energisch eine Hand auf ihre Hüfte und warf sich die dunklen Haare über die Schulter. Auch hatte sie diese 15 cm Designer-Stilettos an, in denen ich niemals richtig laufen könnte, aber das ist nicht der Punkt, sie stach mit ihrem Zeigefinger in seine Richtung. Es stand außer Frage, dass ich mit dieser Frau hätte mithalten können und ich wollte dir nicht die Genugtuung geben, zu wissen, wie sehr du mich verletzt hast, schrie Greta. Ihre Wut war nach diesen drei Jahren immer noch äußerst präsent. Emily? Sie war meine Immobilienmaklerin, sagte Scotty und hörte sich fassungslos an. Die Tatsache, dass sie deine Immobilienmaklerin war, macht deine Affäre auch nicht besser, sagte Greta, ihre Arme über der Brust verschränkt. Wenn du ein anständiger Mann gewesen wärst, hättest du zuerst mit mir Schluss gemacht. Bevor du dich auf ein spätnächtliches Rendezvous mit deiner Liebhaberin auf dem Boot triffst. Mein Blick schoss rüber zu Scotty, um seine Reaktion zu sehen. Seine Stirn runzelte sich. Warte mal, du denkst, ich hätte dich betrogen? Mein Blick schoss zurück zu Greta, bereit für ihre Antwort. Na ja, offensichtlich, sagte sie und rollte mit den Augen. Ihre Hand eilte wieder auf die Hüfte zurück. Ich wusste, was zwischen dir und dieser sexy Frau auf deinem Boot passieren würde, deswegen bin ich nicht dageblieben, um mir das anzuschauen. Geistesblitz. Das war jetzt ein völlig unangebrachter Gedanke, aber wenn Greta diese Szene in ihr nächstes Buch einbaute, dann hatte sie sicherlich eine Nummer 1 New York Times Bestseller. Ich hatte keine Ahnung wie diese Episode mit Scotty die Bedeutung des Rückzugstrips beeinflussen würde, aber ich wusste, dass sich die Dinge unwiderruflich ändern würden. Greta drückte ihre Augen zu und eine einzelne Träne lief ihr die Wange herunter. Wir hatten uns später in der Nacht auf dem Boot treffen sollen, aber ich kam früher, um dich zu überraschen, sagte sie, plötzlich schniefend. Als ich zum Yachthafen kam und dich mit dieser Frau sah. Ja, Emily, meine Immobilienmaklerin. Ich habe mich in der Nacht mit ihr auf dem Boot getroffen, er atmete lang aus, dann kam er näher an Greta heran, bis sie nur Zentimeter voneinander trennten. Alle im Kreis machten heimlich auch einen Schritt nach vorn. Emily hatte die Verträge für mein neues Strandhaus dabei, er zeigte in Richtung der Villa in den Klippen und ich war voller Bewunderung, dass das sein Zweitwohnsitz war. Ich hatte so vieles für diese besondere Nacht mit dir vorzubereiten. Ich wollte diese Verträge abschließen, so dass ich sie gebeten habe, sich mit mir auf dem Boot zu treffen, bevor du kamst. Er fuhr sich mit einer Hand durch seine goldblonden Haare, zerzauste die Spitzen, damit sie abstanden. Ich hätte dich niemals betrogen. Das hättest du wirklich nicht, ihre Unterlippe bebte, Tränen rollten ihr über die Wangen. Wieso hätte die Nacht für uns etwas Besonderes werden sollen? Wenn du da geblieben wärst, dann hättest du es erfahren, sagte er. In seiner Stimme war aber keine Anschuldigung zu hören, nur Traurigkeit. Ich wollte dir natürlich das neue Boot zeigen, das ich nach dir benannt hatte, er strich mit seinen Fingerspitzen über ihre Wange. Ich hatte geplant, dir den Vertrag für das Haus zu zeigen, das ich für uns gekauft hatte, er griff in seine Hosentasche und zog eine kleine, marineblaue Schachtel heraus. Und ich wollte mit diesem Ring um deine Hand anhalten, sagte er, die Schachtel öffnend. Dieses Mal war das Keuchen im Kreis deutlich hörbar. Ich schaute zu Brody, dessen Blick auf mir war, und er nickte mir leicht zu. Er wusste, was in der Nacht auf dem Boot passiert war. Er hatte beim Mittagessen mit Scotty geredet, was er mir zu erzählen versucht hatte, aber ich wollte ja nicht zuhören. Seufz. Ich presste meine Lippen zusammen und widmete meine Aufmerksamkeit wieder Scotty und Greta. Meine voreiligen Schlüsse war schon immer mein Wunderpunkt, sie atmete zittrige ein, bedeckte ihren Mund mit der Hand und schüttelte dann ihren Kopf. Ich bin eifersüchtig. Und ich habe meine Makel, aber vor allem tut es mir leid, dich verletzt zu haben. Ich habe unsere Beziehung ruiniert, die nie die Chance hatte, zu etwas Besonderem heranzuwachsen, und deswegen schäme ich mich, sie sah hinauf in den Himmel, als suchte sie nach einer Art von Weisheit. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Scotty. Du kannst mir eine Antwort geben, er nickte ihr kurz zu und fiel dann auf sein Knie. Er nahm den Ring von seinem Platz im Samt und hielt ihn ihr hin, der Diamant glitzerte im Sonnenschein. Greta von Strand, Bestseller-Autorin, Frau, die mein Herz gebrochen hat, seine Stimme verstummte allmählich und ich sah eine funkelnde Träne in seinem Auge. Du bist die einzige Frau, die ich jemals geliebt habe und die ich jemals lieben werde, und ich weiß, dass du keinen Mann brauchst. Aber, wenn du mich haben möchtest, ich würde gerne den Rest meines Lebens damit verbringen, die umwerfende, unabhängige Frau zu unterstützen, die du bist. Seine Augen weiteten sich und er atmete ein. Willst du meine Frau werden? Oh, Scotty, Gretas Hände waren auf ihren Wangen, als sie zu ihm hinuntersah. Ich liebe dich auch immer noch. Also ja, natürlich möchte ich deine Frau werden. Scotty's Mund verwandelte sich in ein Riesengrinsen, als er Greta den Ring ansteckte und aufstand. Dann ließ sie sich in seine Arme fallen, wie in einem Märchen, und drückte ihre Lippen auf seinen Mund. Wahrscheinlich war das der Kuss in seinem Leben gewesen, auf den er am längsten gewartet hatte. Durch Tränen gefüllte Augen klatschte ich mir in die Hände, dann brach das Klatschen in der Runde aus, als Scotty Greta von der Erde hob und sie drehte und drehte. Die Freude auf ihren Gesichtern war ansteckend, nur, als ich mein Blick mit dem von Brody verfing, war dessen Mund in einer starren Linie verkrampft. Er schaute mich an, sah aber nicht zufrieden aus. Kapitel 24 Die groben Wellen schlugen weiter gegen den Strand, schickten den salzigen weißen Schaum in Spritzern in die Luft. Verheerende graue Wolken ballten sich am Horizont zusammen und ich wusste, dass ein Sturm nahte. Greta und Scotty lächelten und winkten allen zu. Dann machten sich die beiden auf, um allein zu sein. Sie gingen über den Sand, Hand in Hand, hin zur Treppe, die nach oben zu seiner Villa führte. Brody stand nicht weiter als fünf Meter weg und schaute mich mit einem Blick an, den ich nicht entziffern konnte, aber durch meinen Kopf flitzten all die Dinge, die er darüber gesagt hatte, dass ich ihm nicht zuhören wollte. Ich war mir zu sehr dessen bewusst gewesen, dass der Mangel an Kommunikation deren Ruin verursacht hatte. Der Unterschied zwischen Greta und Scotty und Brody und mir war der, dass die beiden vor ihrer Trennung eine Vergangenheit miteinander hatten. Brody und ich hatten nur oberflächliche Flirts und ein Date. Ein umwerfendes Date mit stundenlangem Küssen, aber trotzdem. Und ja, okay, wir hatten während des Rückzugstrips auch einige verblüffende Momente. Aber unsere aufblühende Beziehung konnte niemals stark genug sein, um mein Misstrauen zu überleben, und ich begriff jetzt, dass das nichts mit Brodi, sondern alles mit mir und meiner eigenen Unsicherheit zu tun hatte. Dazu hatte ich Brodi die Nacht, bevor wir uns treffen sollten, sitzen gelassen. Er sagte auch, es sei etwas Wichtiges gewesen. Ich wusste immer noch nicht, was für ihn so wichtig war, da ich ihm vorhin... Als er mit mir reden wollte, nicht zuhören wollte. Nicht gut, Olivia, nicht gut. Und ja, diese Sache mit Taylor sah schlecht aus. Aber tief in mir wusste ich, dass es eine gute Erklärung geben musste. Während ich Greta und Scotty die Treppen hinaufsteigen sah, freute ich mich für sie, wahrhaftig, aber zur selben Zeit konnte ich nicht anders, als mich zu fragen, was ihre Versöhnung für den Rest des Rückzugstrips bedeuten würde. Alle Frauen standen in kleinen Grüppchen da und versuchten, es sich nicht offensichtlich ansehen zu lassen, dass sie Greta und Scotty nachschauten. Nach deren spektakulärer Versöhnung schien keine von uns so recht zu wissen, wie es weitergehen sollte. Das Blut pochte mir gegen die Schläfen und ich musste etwas tun. Das Erste, was mir einfiel, war, mich bei Brody zu entschuldigen, weil ich so kühl ihm gegenüber war, nachdem ich ihn mit Terror gesehen hatte. Ich musste zugeben, dass er recht damit hatte, dass ich das schlimmste angenommen hatte. Auch wenn ich unsere Beziehung ruiniert hatte und er lieber mit Taylor zusammen wäre, musste ich immer noch ehrlich zu ihm sein. Mein Blick stellte eine Verbindung zu seinem auf und mein Herz pochte bis zum Hals. Ich starrte ihn an, bereit, mich für alles zu entschuldigen, was ich falsch gemacht hatte. Ob er mir vergeben würde oder nicht, das wäre seine Entscheidung. Ich hatte keine fünf Schritte gemacht, als Janine vor mir auftauchte, mir den Weg blockierte und mit den Armen herumfuchtelte. Wir müssen den Date entzug retten, ihre Augen weiteten sich und sie hüpfte auf der Stelle. Das hier sollte ein Rückzug für unabhängige Frauen werden und die Gastgeberin hat sich soeben verlobt. Ich schaute Janine an, die am Rande der Hysterie zu sein schien, und packte ihre zitternden Schultern. Tief einatmen, Janine. Wir kriegen das schon hin. Okay? Ich drehte mich zu Brodi und sah, wie er seinen Kopf schüttelte, sich umdrehte und ging. Mein Magen krümmte sich. Das war mein Moment, der eine, der meine Prioritäten im Leben festlegen würde. Ich konnte das Gewicht der Entscheidung spüren, als würde meine Seele sowieso auseinandergerissen werden. Ich konnte meine geliebte Karriere wählen oder den Mann, der mein Herz in seinen Händen hielt. Trotz meiner harten Arbeit bei diesem Rückzugstrip, wusste ich, wie meine Entscheidung ausfallen würde. Ich hatte zu jemandem eine Verbindung hergestellt, der mir gleichwertig war, und würde ihn nicht kampflos davonkommen lassen. Ich wusste, dass wenn ich ihn verlor, mein ganzes Leben lang ein Loch zurückbleiben würde, das ich niemals wieder würde füllen können. Brody, warte, meine Stimme wurde von den Windstößen und dem Knallen der Wellen gegen das Ufer absorbiert. Wenn er mich gehört hatte, hielt er nicht an und drehte sich nicht um. Er lief nur weiter in Richtung der Treppe. Mit einer Dringlichkeit, die ich in jedem Nerv meines Körpers vibrieren spürte, drehte ich mich zu Janine um. Du musst von hier an alles leiten. Es gibt etwas, das ich tun muss. Aber das kann ich nicht, stotterte Janine und legte ihre Handflächen in einer Gebetsgeste zusammen. Ehrlich, ich war schon seit Wochen nicht mehr bei meinem Therapeuten und ich habe diese Nervenzusammenbrüche, von denen ich dachte, dass Wendy es dir erzählt hätte, etwas runtergespielt. Du bist das Superhirn hinter diesem Rückzugstrip und Greta ist beschäftigt. Ich weiß nicht, was ich tue. Das ist zu viel Druck für mich. Ich komme mit dem Stress nicht klar. Doch, das kannst du, ich hielt sanft Janines Arme und schaute ihr direkt in die Augen. In meinem Kopf schwirrten Gedanken an Brody herum und daran, wieso er gegangen war, aber ich hielt inne, konzentrierte mich auf meine Freundin. Du bist eine starke, unabhängige Frau. Du wirst nicht zusammenbrechen, sagte ich entschieden. Du wirst diesen Rückzugstrip leiten, während ich mich für eine Weile zurückziehe. Biete allen im Haus Snacks und Drinks an. Und wenn jemand aufgewühlt sein sollte, ermutige sie dazu, miteinander darüber zu sprechen, wie sie sich fühlen. Stärkung des Gruppenzusammenhalts, dann Tagebucheinträge. Alles klar? Janines Gesicht zerknitterte sich. Ich denke wirklich nicht, dass ich das kann. Ich meine, wenn Greta nicht wirklich eine unabhängige Frau ist, wie kann ich es dann sein? Eine Welle rollte durch mich hindurch und machte mir auf einmal alles deutlich. Greta ist nur eine Frau wie du und ich, ich lächelte sie warm an und nahm dann ihre Hand. Sie hat ein umwerfendes Buch geschrieben und hat sich einen Namen als Selbsthilfeautorin gemacht. Sie befahl Respekt und ihr Selbstbewusstsein ließ andere an ihre Nachricht glauben, ich drückte ihre Hand. Du hast dasselbe Selbstbewusstsein in dir. Ich weiß, dass du das schaffst. Weil ich an dich glaube. Du musst nur auch selbst an dich glauben. Sie schüttelte langsam ihren Kopf, aber ihr Ausdruck schien ruhiger. Inzwischen, je weiter die Entfernung zu Brody wurde, zischte mein Körper umso mehr vom Bedürfnis, ihm nachzurennen. Aber ich war eine Anführerin. Anführerinnen mussten anführen. Denk an all die Dinge, die du gelernt hast, seitdem wir angekommen sind. Wie etwa, wie man einen Reifen wechselt und Feuer entfacht, sagte ich, Greta's befehlerische Stimme imitierend, und lächelte dann. Du bist eine unabhängige Frau, Janine. Du kannst alles erreichen, was du dir in den Kopf setzt. Ich verspreche es dir. Du musst das hier machen. Aber dieser Rückzugstrip war für mich mehr als nur ein Job. Zuerst war es nur wegen der Arbeit. Aber ich habe mit meinem Freund Schluss gemacht, bevor ich hierher gezogen bin, und dieser Rückzugstrip war für mich wirklich heilend. Aber jetzt, Greta. Das Zittern in ihrer Stimme ließ mich eine kleine Pause machen. Du arbeitest sehr hart, wenn du unter Druck stehst, erinnerte ich sie. Du hast das immer wieder bewiesen. Ich hätte nichts hier von alleine hinbekommen. Ich komme so schnell zurück, wie ich kann, okay. Sie lächelte, nickte zustimmend, ehe ich losrannte. Ich war noch nie überaus sportlich gewesen, aber mir gefiel die Kraft, mit der mich meine Verzweiflung nach vorn katapultierte. Über den Sand zu rennen, fühlte sich an wie eine Ewigkeit, und als ich zur Treppe kam, war kein Zeichen von Brody mehr in Sicht. Ich stöhnte innerlich, aber ich würde seinen Vorsprung mich nicht aufhalten lassen. Als ich die Holzstufen hinaufstieg, realisierte ich eines der Dinge, die ich bei diesem Rückzugstrip gelernt hatte, und das war, wenn man Fehler machte, konnten die immer noch korrigiert werden. War das nicht genau das, was Greta und Scotty uns allen gezeigt hatten? Olivia. Hey, warte mal. Durch meine benebelten Gedanken hörte ich jemanden meinen Namen rufen, also machte ich langsamer und blieb auf der Treppe stehen. Ich drehte mich um und war schockiert, Taylor hinter mir hier rennen zu sehen. Sie erreichte mich in Rekordzeit und schnaufte dabei nicht einmal. Ich dagegen schnaufte und keuchte. "Läufst du auch Brody nach?", fragte ich und starrte sie an. Taylor hob ihre Hände in einer Geste der Ergebung. "Ich verdiene wahrscheinlich diese Begrüßung", sagte sie, ihre Mundwinkel fielen nach unten. So wie sie aussah, ließ das meinen Kopf vor Verwirrung rasen. Sie joggte einige weitere Stufen nach oben, bis sie direkt vor mir stand und mir den Weg versperrte. Wenn sie auch Brody nachlief, wie sollte ich darauf reagieren? Schau mal, sagte Taylor, ich weiß, was du wahrscheinlich von mir hältst. Aber ich würde mich nie an einen Typen ranmachen, wenn ich wüsste, dass er nicht mehr zu haben ist. Ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Dich entschuldigen, wiederholte ich. Das Wort hatte einen komischen Geschmack in meinem Mund. Meine Gedanken schossen direkt zu dem Moment, als sie ihn küsste, und mein Magen verdrehte sich. Sie atmete tief ein. Es tut mir leid, dass ich mich an Brody Rehnschmacht habe. Ich habe bemerkt, wie sehr er sich für dich zu interessieren begann und ich, ich wurde eifersüchtig. Brody ist ein so toller Kerl und er hat mich nie auf die Weise wahrgenommen, wie er dich wahrnimmt. Ich wollte ihn zurück, aber ich hatte nie vor, deine Gefühle zu verletzen, sie schaute mich schmerzvoll an. Ich hatte keine Ahnung, dass Brody verliebt in dich ist, bis er es mir gesagt hat. Ihre Worte rüttelten mich wach und ließen mich fragen, ob es für uns noch Hoffnung gab. Das hat er dir gesagt? fragte ich, erinnerte mich dann daran, dass er ohne mich gegangen war. Nicht ein Zeichen für jemanden, der immer noch Interesse hatte. Sie nickte und lächelte mich zögernd an. Bitte nimm meine Entschuldigung an. Angenommen, sagte ich. Ich kann nachvollziehen, was du dir dachtest, und weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss gehen. Als ich die restlichen Stufen hinaufrannte, rief sie mir hinterher, viel Glück. Ich drehte mich um und lächelte sie kurz an. Alles. Was ich tun konnte, war zu hoffen, dass Brody immer noch hier war und dass ich ihn nicht für immer verloren hatte. Kapitel 25 Als ich vor unserer Villa ankam, eilte ich über den Rasen zur Nachbarvilla. Meine Lungen brannten und ich hatte lähmendes Seitenstechen. Plötzlich verlor ich den Halt und fiel mit dem Gesicht nach vorn aufs Gras. Autsch! Auf wenig schmeichelhafte Weise war ich auf dem Rasen ausgebreitet und stöhnte, als ich ein Brennen auf meiner Wange spürte. Ich unterdrückte den Schmerz. Ich hatte eine Mission. Ich sprang auf die Füße, eilte zur Eingangstür der Mitchell-Villa und drückte die Klingel mehrere Male. Niemand antwortete. Meine Stirn runzelte sich vor Verwirrung. Ich hatte angenommen, Greta und Scotty seien zu Hause, aber vielleicht waren sie ja, ähm, Beschäftigt. Ich schaute wild um mich herum, genau zur richtigen Zeit, um Brody in seinem Truck wegfahren zu sehen. Wo wollte er hin? Einen Moment lang verließ mich der Mut. Nein, ich würde mich nicht durch seinen eiligen Abzug davon abhalten lassen, mit ihm zu sprechen. Ich war eine unabhängige Frau, die alles händeln konnte, was das Leben ihr vor die Füße warf. Ich lief zurück zu unserer Villa, flog praktisch durch die Eingangstür. Ich schnappte mir meine Autoschlüssel und meine Tasche vom Beistelltisch am Eingang, eilte dann zu Wendy's Mercedes SUV, der draußen geparkt war. Ich startete den Motor, drückte aufs Gaspedal und raste Brody hinterher. Als ich die kurvige Straße neben den Klippen entlangfuhr, lief mein Gehirn auf Hochtouren und ich dachte an Orte, an die er gegangen sein könnte. Seine Kumpels waren am Strand, so dass, wohin auch immer er ging, er die Absicht hatte, alleine zu sein. Nur, dass meine Mission war, sicherzustellen, dass er nicht alleine war. Er würde mit mir zusammen sein. Ich holte mein Handy raus, scrollte zu seinem Namen und tippte auf seine Nummer. Mein Herzrhythmus klimperte, als das Telefon klingelte. Ich hörte einen Klick, dann Brodis Stimme. Du hast die Mailbox erreicht, nicht mich. Frustriert legte ich auf und schmiss das Telefon auf den Beifahrersitz neben mir. Er würde also meine Anrufe nicht beantworten. Was auch immer. Ich war entschlossen, ihn zu finden. Ich würde mich für all die lahmen Aktionen entschuldigen, die meine Unsicherheit verursacht hatte, ihm meine Gefühle gestehen, schluck. Und was auch immer passieren würde, würde nicht aus dem Grund passieren, dass ich Angst hatte, mich zu öffnen. Als ich im Wagen in Richtung Stadtzentrum bog, hielt ich am Parkplatz vor Scottys Fischrestaurant, dachte an das erste Mal, als Brody und ich uns getroffen hatten. Ich hatte nichts über ihn gewusst, außer dass er unbeschreiblich heiß war. Wir waren seitdem so weit gekommen und ich musste hoffen, dass er mir eine zweite Chance geben würde. Da sein Auto nicht bei Scottys war, fuhr ich weiter. Ich fuhr in die entgegengesetzte Richtung, entschloss mich, nach seinem Auto vor dem in, in Blue Moon Bay zu schauen. Unser erstes offizielles Date dort war umwerfend gewesen, der Spaziergang am Strand und als wir die Legende von Blue Moon Bay laut vorgelesen hatten. Ich dachte gerade an seine Lippen, wie sie an meine gepresst waren, und das erzeugte Stromschläge in meinem Körper, die sich auf den Bauch konzentrierten. Als ich ein lautes Klopf hörte, Bumste der Wagen mit Gewalt und ich befürchtete, ein Reifen war mir geplatzt. Ich fuhr den Wagen zur Seite, machte die Blinker an, schaute nach dem Verkehr in meinem Rückspiegel und stieg dann aus, um mir den Schaden anzusehen. Das Gummi des Reifens hing traurig über die Radkappe. Ich fragte mich, über was ich gefahren war. Toll, genau, was ich brauche, nüllte ich, als ich den Kofferraum aufmachte um mein Reserverad, das Drehkreuz und den Wagenheber herauszuholen. Ich sammelte Steine, positionierte sie um die Vorder- und Hinterreifen, um den Wagen zu sichern. Als ich die Radkappe abnahm, klingelte mein Handy und mein Herz sprang vor Freude. Als ich auf den Bildschirm schaute, sah ich den Namen meines Vaters und wurde traurig. Ich drückte auf Antworten. Hallo, Papa, sagte ich und begann, die Muttern aufzudrehen. Hallo Spatz, sagte er mit munterer Stimme. Wie geht es dir? Mein Herz ist gebrochen, ich habe Angst und ich hoffe immer noch. Gut, antwortete ich, da ich mir dachte, dass mein Vater schon genug Probleme mit seiner Beziehung hatte, um sich noch über mein Liebesleben Gedanken zu machen. Als ich die Muttern gelöst hatte, rastete ich mein Handy zwischen meine Wange und meine Schulter ein stellte den Wagenheber an die richtige Stelle unter dem Auto und begann, den Hebel zu drücken. Was gibt's, Papa? Ich bin irgendwie inmitten von etwas hier. Er räusperte sich. Nun, du wirst froh sein zu hören, dass ich mich dieses Mal mit tollen Neuigkeiten melde. Ach ja, mein Herz raste. Ich fragte mich, ob meine Mutter mit ihm über die Scheidung gesprochen hatte und wieso er das als gute Neuigkeiten auffasste. Ich stöhnte mit jedem Stoß, mit dem ich den Wagen etwas von der Erde hob. Deine Mutter ist nach Hause gekommen, sagte er, Erleichterung und Freude in seiner Stimme. Sie ist bitte was? Ich konnte meine Überraschung nicht aus meinem Ton verbannen. Ich wollte nicht unhöflich sein, aber nach allem, was sie zu mir darüber gesagt hatte, dass er sie und ihre Probleme ignorierte und die Probleme mit dem Sex? I Ja, bestätigte er. Sie hat sich dafür entschuldigt, dass sie so viel Zeit mit Junior verbracht hat, sagte er und sein Ton indizierte, dass Junior nicht die geringste Bedrohung darstellte. Zwischen ihnen ist nichts passiert. Sie wollte Aufmerksamkeit, Blumen, Romantik. All die Dinge, die ich ihr nicht gegeben hatte. Sie wollte sie von mir, wusste aber nicht, wie sie mir das klar machen sollte, er hielt inne. Sie sagte, sie hätte meine Enchiladas vermisst. Ich mache heute Abend welche für sie, sagte er, seine Stimme fast trunken vor Glück. Gar, stöhnte ich, als ich den Reifen abnahm. Das Handy knallte auf den Boden. Ich legte den flachen Reifen in den Kofferraum, nahm dann mein Handy, um zu sehen, ob es noch funktionierte. Puh, nur etwas Kiesstopp. Olivia, bist du noch da? Ja, ich bin hier, ich wischte mir den Schweiß von meiner Stirn und klemmte das Handy wieder zwischen meine Schulter und mein Ohr, während ich das Reserverad an die richtige Stelle rückte. Ich finde es toll, dass du ihr vergibst, Papa, ich hielt inne, eine Frage schwirrte mir im Kopf herum. Aber wie kannst du dem glauben, was sie dir sagt? fragte ich und machte mir Gedanken um meine eigene Situation mit Brodi. Er seufzte. Ich weiß, dass du vielleicht nicht verstehst, was deine Mutter und ich gerade durchgemacht haben, aber Probleme sind nur sehr selten die Schuld nur einer Person. Sie weiß, dass sie mit mir hätte reden sollen, anstatt die Flucht zu ergreifen. Wir müssen eine Menge aufarbeiten. Aber ich glaube an ihren Charakter, er hörte sich so ehrlich an, dass ich einen Andrang von Bewunderung für ihn verspürte. Wenn wir einander nicht vergeben und nach vorne schauen, verpassen wir vielleicht den besten Teil. Meine Augen füllten sich mit Tränen, doch ich lächelte durch sie hindurch. Ich bin so glücklich, dass ihr zusammenbleibt und an eurer Ehe arbeitet. Ich liebe euch beide so sehr. Wir lieben dich auch, sagte er, während ich die letzte Mutter festschraubte, dann den Wagenheber benutzte, um den Wagen wieder nach unten zu bekommen. Noch eine Sache, sagte er. Ich nehme mir die nächste Woche auf der Arbeit frei, sodass deine Mutter und ich eine Kreuzfahrt machen können. Anscheinend wollte sie immer schon eine machen. Viel Spaß euch, sagte ich, das Drehkreuz in der Hand, um die Muttern zu befestigen. Sag Mama Hallo von mir, sagte ich und beendete das Gespräch. Tränen stauten sich plötzlich in meinem Hals an und formten einen festen Ball. Meine Eltern hatten endlich die Kurve bekommen. Nun war es an der Zeit, dass Brody und ich dasselbe taten. Ich legte den Wagenheber und das Drehkreuz zurück in den Kofferraum, entfernte die Steine von den Reifen und stieg hinters Lenkrad. Als ich den Wagen startete, begriff ich mit Freude, dass ich keinen Autodienst gebraucht hatte oder irgendjemanden, der mir mit dem platten Reifen geholfen hätte. Ich hatte mich ganz alleine um das Problem gekümmert. Ein Gefühl von Stolz überkam mich. Jetzt hatte ich das Selbstvertrauen, mir das oder den zu holen, den ich wollte, den Mann meiner Träume. Ich würde mit allem, was ich in mir hatte, darum kämpfen. Kapitel 26 Ich fuhr durch die offenen Tore und die Auffahrt aus Pflastersteinen entlang und kam zum großen runden Eingang des Innen in Blue Moon Bay. Ich hielt an einem Parkplatz neben einem Walls Voice und stieg aus dem Wagen. Plötzlich stellte ich fest, dass ich mir nicht hätte Wendy's Luxuswagen borgen sollen, um Greta zu beeindrucken. Meine Fähigkeiten als Eventplanerin waren schon erstklassig gewesen. Von nun an würde ich Hutnähe mit Stolz fahren und mich nicht darum scheren, was andere von meinem Auto halten könnten. Anstatt durch die Lobby zu gehen, schnellte ich zur Seite des Gebäudes und schlenderte über den gepflegten grünen Rasen. Als ich die Treppe zum Strand runterrannte, zog sich mein Magen zusammen und ich fragte mich, ob es lächerlich romantisch war zu denken, dass Brody an den Ort unseres ersten Kusses kommen würde. Es wäre durchaus möglich gewesen, dass er genug von meiner Unsicherheit hatte und weiterzog. Dunkle Wolken sammelten sich über mir an und passten genau zu meiner Stimmung, als ich von der letzten Treppenstufe sprang und auf den Sand prallte. Ohne anzuhalten, eilte ich zum Denkmal und mein Atem blieb mir im Hals stehen. Brody stand da und schaute auf die Tafel. Zuerst dachte ich, es sei irgendein attraktiver Mann, der Teil meiner Wunschvorstellung war, aber dann fuhren seine Finger über die Worte auf der Tafel und ich wusste, dass er wirklich da war. Das wütende Meer schlug gegen das Ufer mit einem lauten Poltern, also zweifelte ich daran, dass er mich hinter sich kommen hören konnte. Der Wind hatte sein blondes Haar zerzaust, sein starker Kiefer war angespannt und seine Schultern gekrümmt. Wenn ich der Grund seiner Traurigkeit war, könnte ich vielleicht die einzige sein, die sein Leid wegwischen konnte. Ich bewegte mich auf ihn zu, meine Beine waren Wackelpudding, meine Knie zitterten, während ich lief. Er schaute plötzlich auf und der schockierte Ausdruck auf seinem Gesicht ließ mich anhalten. Ich stand vollkommen still, mein Herz raste. Und ich befürchtete, er würde mich abweisen. Olivia, er blinzelte einige Male und stand wie angewurzelt da. Er schien ehrlich überrascht zu sein, mich zu sehen, was mir das schreckliche Gefühl gab, dass er es vorgezogen hätte, jemand anderen zu sehen. Schluck. Was, was machst du hier? fragte er, seine Stirn legte sich in Falten. Was ist mit deinem Gesicht? Ich legte eine Hand auf meine Wange und spürte einen unebenen Ausschlag. Oh, ich, M, ähm, ich habe deinen Rasen geküsst. Nichts, was ich empfehlen würde. Fühlt sich nicht gut an, spaßte ich und wollte mir selber dafür in den Hintern treten, dass ich mich so lahm anhörte. Seine Mundwinkel fielen nach unten, als er auf mich zukam, meine Stirn berührte und dann seine Finger vor mich hielt. Das sieht aus wie Öl. Bitte, ich starrte auf seine Hand und konnte mir nicht einmal vorstellen, wie verrückt ich in diesem Moment aussehen musste. Mir ist auf dem Weg hierher ein Reifen geplatzt, also musste ich anhalten und ihn wechseln. Ich muss irgendwo mit meiner Stirn dran gekommen sein. Nicht der Rede wert. Ich zuckte mit den Schultern, sorgte mich vielmehr darum, dass ich offensichtlich eine Dusche brauchte. Ich atmete ein. Ich muss mit dir reden. Ich hob mein Kinn. Ich ähm, ich habe mit Taylor gesprochen. Sein Gesicht verzerrte sich. Ich weiß zwar nicht, was sie gesagt hat, aber Nein, warte, ich hob meine Handflächen genau in dem Moment, als eine Riesenwelle gegen das Ufer knallte. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich vollkommen verstehe, was du sagtest, als wir bei unserem Date hierher kamen. Du weißt schon, dass die Legende tragisch sei. Auch wenn das Mädchen in der Geschichte geschworen hatte, den Jungen für immer zu lieben, glaubte sie nicht genug an ihre Liebe, um die Beziehung funktionieren zu lassen. Ich kam näher ans Denkmal heran, berührte die bronzefarbenen Worte. Genau wie ich nicht da war, um die Dinge mit dir funktionieren zu lassen, nachdem ich dich Taylor küssen sah. Warte mal. Ich habe sie nicht geküsst und ich hatte keine Ahnung, dass sie noch Gefühle für mich hatte. Sein Kiefer pulsierte als er sich rüberlehnte und seine Hand auf das Denkmal presste. Wenn einer von uns sich einen Zentimeter bewegt hätte, hätten sich unsere Finger berührt. Ich wollte das so sehr, aber ich wartete, dass er fortfuhr. Sie hat mich damit überrumpelt, aber ich bin gleich ausgewichen. Ich habe ihr klar gemacht, wo sie und ich standen und was ich dir gegenüber empfinde. Ich nehme an, du warst nicht da, um den Teil zu sehen. Nein, war ich nicht, sagte ich und fühlte mich beschämt wegen meiner Unsicherheit. Aber ich meine, Taylor ist makellos. Sie sieht aus, als sei sie gerade aus einer Shampoo-Werbung gekommen, sogar nachdem sie beim Joggen war. Meine Haare sehen immer aus wie ein wuscheliges Durcheinander, ich schaute hinauf in den dunklen Himmel und fragte mich, ob es ein Fünkchen Licht war, was ich da durch die Wolken gesehen hatte. Und sie ist auch noch Feuerwehrfrau. Eine Heldin, verflixt. Und ich arbeite in der Fischabteilung im The Market. Ich bin da übrigens gerade befördert worden. Seine Mundwinkel zuckten. Ist das so? Leiterin der Fischabteilung. Hört sich das nicht toll an, mein Spaß hörte sich platt an, aber es war mir egal. Adrenalin pumpte in meinen Adern, als ich den Mut zusammennahm, ihm das zu sagen, weswegen ich hier war. Meine Unsicherheit war immer schon mein Wunderpunkt, sagte ich mit brennenden Augen. Deswegen habe ich nie das College beendet, deswegen habe ich immer noch denselben Job, den ich so langweilig finde, und deswegen bin ich in der Nacht nicht aufgetaucht. Seine Augen blieben auf mich fokussiert, aber die Ader in seiner Schläfe pochte. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das machen. Ich würde meine Angst überwinden und für dich da sein. Genau, wie du es verdienst, ich schaute hinauf in seine blauen Augen, die vor Emotionen stürmten. Aber ich kann nicht. Alles, was ich machen kann, ist nach vorne zu schauen und zu sagen, wie leid es mir tut, in meinem Hals zog es sich zusammen. Es tut mir so leid. Mir tut es auch leid, er atmete aus und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Kleine Strähnen standen ab und ließen ihn so unwiderstehlich aussehen. Mir fiel es aber schwer, seine Logik nachzuvollziehen. Wieso solltest du dich entschuldigen? Du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe, er hob meine Hand und hielt sie zwischen seinen. Ich hätte das deutlich machen sollen. Keine Frau, Taylor oder eine andere, könnte dir jemals das Wasser reichen, seine Stimme vibrierte in mir, schickte einen Schwarm von Schmetterlingen in meinen Bauch. Ich hatte versprochen, wir würden unsere eigene Legende schreiben, erhob mein Kinn. Als du nicht gekommen bist, dachte ich, du hättest mich verlassen, genau wie meine Mutter. Es tut mir leid, ich schüttelte meinen Kopf. Ich wünschte, ich könnte das zurücknehmen, aber ich würde dich nie wieder verlassen. Ich hoffe, das weißt du tief in dir, sagte ich bestimmt. Was hattest du an dem Abend für uns geplant? Was war so wichtig? Du erinnerst dich an Heather, die Witwe meines Kapitäns, die mir auf die Mailbox gesprochen hatte. Na ja, ich hatte sie zurückgerufen. Nachdem ich mit dir gesprochen, mich dir gegenüber geöffnet hatte, fühlte ich mich endlich bereit dazu, loszulassen und zu tun, was sie wollte. Er hielt inne und schaute mich traurig an. Ich hatte ein Boot gemietet, so dass wir seine Asche übers Meer verstreuen konnten. Mir wurde speiübel. O Brody, es tut mir so leid, dass ich nicht für dich da war. Ich hätte da sein sollen, dich unterstützen. Ich habe seine Asche nicht verstreut, er schaute mich verlegen an. Seine Asche zu verstreuen und ihn loszulassen, das wird sehr hart für mich werden. So sehr ich auch verletzt war, dass du mich sitzen gelassen hast, wollte ich die Asche doch nicht ohne dich verstreuen, seine Augen schienen einen Moment lang wässrig zu sein. Du kommst also mit? Natürlich, sagte ich, fühlte mich geschmeichelt, dass er so einen besonderen und schwierigen Moment mit mir teilen wollte. Wann immer du bereit bist, ich drückte seinen Arm. Siehst du jetzt, dass dir nichts Leid tun muss? Doch, das muss es, er verflocht seine Finger mit meinen. Ich habe dich angelogen, sagte er und ließ ängstliches Zittern durch mich schießen. Sein Griff wurde fester. Ich sagte dir, dass, wenn ich jemanden liebe, ich sie niemals verlassen würde. Dann hatte ich dich alleine gelassen. Habe mich unsicher gefühlt, er nahm mein Gesicht in seine starken Hände. Ich werde das nie wieder machen. Ich liebe dich, Olivia. Ich liebe dich auch, Brody, sagte ich und meinte jedes Wort. Mein Herz schlug mir bis zum Halse, als er mich in seine Arme nahm, an sich heranzog und mich küsste. Der Himmel polterte über uns und die Wolken wuschen uns mit kaltem Regen. Wir ließen voneinander ab, lachten. Während uns der Regen durchnässte, blieb ich in seinen Armen, starrte in seine Augen. Ich konnte die Gefühle, die er für mich hatte, in seinen wunderschönen blauen Augen funkeln sehen. Ich fragte mich, wie ich zuvor so blind gegenüber seinen Gefühlen hatte sein können. Ich stellte mich auf meine Zehenspitzen und küsste den Mann meiner Träume. In der Kälte des Regens fühlten sich seine Lippen warm und süß an, während es sie immer und immer wieder auf die meinen presste. An seinen Küssen erkannte ich, wie eine unabhängige Frau immer noch Romantik in ihrem Leben haben konnte. Sie musste den Schmerz loslassen und mit dem Trost von Freundschaften heilen. Wenn der richtige Mann in ihr Leben trat, ungeachtet dessen, ob der Zeitpunkt perfekt war oder nicht, musste sie ihre eigene Legende schreiben und durfte nicht zulassen, dass ihr irgendetwas im Weg stand, und das war genau das, was ich vorhatte zu tun. EPILOG Ich rutschte auf denselben Barhocker, auf dem ich in Scottys Fischrestaurant gesessen hatte, als ich Brody das erste Mal kennengelernt hatte. Und hatte gemischte Gefühle, weil heute Abend das letzte Abendessen des Rückzugstrips war. Der luxuriöse Rückzugstrip am Strand war nicht gerade so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber ich hatte es geliebt, die Eventplanerin für den Date entzückt zu sein und war traurig darüber, dass sich unsere gemeinsame Zeit dem Ende näherte. Als Gruppe hatten wir unsere Nachbarn und sogar einige unserer einheimischen Freunde, heute Abend eingeladen und es fühlte sich an wie eine dieser besonderen Nächte, an die man sich sein Leben lang erinnerte. Ich schaute auf die untergehende Sonne über der Bucht und kleine Fünkchen von Licht, die auf den Wellen glitzerten, als sie sanft über das Ufer glitten. Der Sturm war schnell vorbeigehuscht und hatte einen klaren Himmel und sonnige Tage hinterlassen. Brody stellte sich hinter die Bar und drehte sich zu mir. Er grinste mich sehr sexy an. Was darf ich Ihnen bringen, reizende Dame? HMM. Ich kicherte, tippte mir mit dem Finger aufs Kinn. Was würden Sie einer unabhängigen Frau empfehlen, die sich verliebt hat? Ich habe da eigentlich genau das Richtige. Mit einem Funkeln in den Augen griff er sich den Shaker und nahm eine Flasche hinter der Bar. Ich nenne ihn der perfekte Kuss. Ich hob eine Augenbraue. Du denkst dir diese Drinks auf dem Weg aus, nicht? PSSST, er zwinkerte mir zu. eper Geheimnis, sagte er. Ich nehme einen von denen, bitte, sagte Wendy, die plötzlich an meiner Seite stand. Wir umarmten uns schnell, während Brody unsere Drinks mixte. Sie hüpfte auf den Barhocker neben mir und zupfte den Rock ihres schwarzen Cocktailkleides zurecht. Ich freue mich zu hören, dass der Rückzugstrip ein Erfolg war. Ich sehe, du bist drüber hinweg, dass du ohne einen Mann unabhängig sein musst. So ungefähr, lachte ich und drehte mich in ihre Richtung. Greta's Buch hatte mich so eingenommen und ich war so darauf fokussiert, mir nicht wieder das Herz brechen zu lassen, dass ich mich schließlich hinter meiner Karriere versteckte. Na ja, zumindest hinter dem, was ich als Karriere haben wollte, meine Brust zog sich etwas zusammen. So wie es aussieht, veranstaltet Greta keine Dateentzüge für Frauen mehr. Also heißt es wieder ran an die Fischtheke im The Market, während ich für Olivia's Occasions Werbung mache, sagte ich, mein Ton endlich mit etwas durchzogen, was nicht Enttäuschung war. Hoffnung vielleicht. Sie tätschelte meinen Arm. Gib deinem Geschäft etwas Zeit, um durchzustarten, sagte sie und schaute sich dann im Raum um. Es hätte viel schlimmer kommen können, als zwei Wochen in einer Luxusvilla zu verbringen, einen Freund und Charlie mitzubringen. Ich nahm das pinke Getränk in die Hand, nachdem Brody das Glas abgestellt hatte. Du hast recht, Wendy. Ein Hoch auf alles, was du soeben gesagt hast. Sie stieß mit mir an, nahm einen langen Schluck und stellte ihren Drink ab. Sie grinste Brody neckisch an. Als ich dich das erste Mal mit Olivia gesehen habe, hatte ich schon ein gutes Gefühl bei euch zwei. Ach ja, sagte er, nahm meine Hand, während er Wendy anlächelte. Vielleicht hättest du uns einweihen sollen. Hätte Olivia eine Menge Zeit gespart, mir zu widerstehen. Als ob ich darauf gehört hätte, lachte ich und liebte das Gefühl von Brodies warmer Hand, die meine umschlang. Ich dachte zurück an unsere Zeit am Strand. Das Boot. Das Reiten. Das Dinner. Das Denkmal. Das Küssen im Regen. Ich lächelte Brody an. Ich musste mich zu meinem eigenen Zeitpunkt in dich verlieben. Ich finde aber, das hat doch ganz gut funktioniert. Dem kann ich nicht widersprechen, er presste seinen Mund auf mein Handgelenk und schickte kribbeln meinen Arm hoch. Gänsehaut. Wenn ihr beide mich entschuldigen würdet, ich gehe mal nach Max schauen. Wendy legte ihre Hand auf meine Schulter und lächelte, bevor sie ging, um ihren Freund zu suchen. Einen Moment später kam Janine auf mich zugeeilt und sah mehr als nur etwas gestresst aus. Hey, Olivia, sie setzte sich auf einen leeren Barhocker neben mich. Ich glaube, alle sind für die Abreise bereit. Ich bin den Plan durchgegangen und habe alles dreimal geprüft, genau, wie du es mir beigebracht hast, sagte sie, redete dabei so schnell, dass ich kaum mitkommen konnte. Alle sind hier. Wann wollen Greta und du eure Reden halten? Wir haben noch Zeit, ich spürte einen Andrang von Sympathie ihr gegenüber. Ich weiß, dass du wieder zu den Immobilien zurückkehrst. Aber du hast als meine Assistentin einen tollen Job gemacht, Janine. Ich wünschte wirklich, Greta hätte noch mehr Rückzugstrips organisieren wollen, sodass wir weiterhin zusammenarbeiten können. Vielleicht, wenn mein Geschäft in die Gänge kommt und du Zeit hast, kann ich dich ja wieder einstellen. Ihre Augen wurden groß. Wirklich? Das wäre toll. Danke, dass du den Rückzugstrip so gut für mich geleitet hast, nachdem die köder aufgabe so in die Hose gegangen war und ich ging, um mit Brody zu sprechen. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen, sagte ich. Viele der Frauen erzählten mir, dass deine Diskussion mit ihnen am Nachmittag im Kreis ein Highlight beim Rückzugstrip für sie war. Sie wurde rot. Tut mir leid. Ich bin ausgeflippt, als Greta ihre eigenen Regeln gebrochen hatte. Weißt du was? Ich nahm einen schnellen Schluck meines Drinks und ließ den fruchtigen Geschmack auf meiner Zunge tanzen und in meine Kehle gleiten. Lecker. Ich lächelte. Wir alle flippen hier und da mal aus. Du hast mir geholfen, den Rückzugstrip zu einem großen Erfolg zu machen, und das ist das Wichtigste. Ich erblickte Greta am anderen Ende des Raumes, wie sie mit Charlie und einigen anderen Frauen sprach. Ich bin froh, dass Greta ihr Herz gegenüber Scotty wieder öffnen konnte. Sie brauchte ihn nicht in ihrem Leben. Sie liebte ihn einfach nur. So süß, sagte Janine und bekam dann plötzlich große Augen. Weißt du was? Ich gehe und überprüfe den Kuchen in der Küche zum vierten Mal. Die Keterer haben die Schachtel zu nah an den Herd gestellt. Ich hatte gebeten, sie sollten es verrücken, aber ich muss sicherstellen, dass der Fondant nicht geschmolzen ist. Danke, sagte ich und dachte mir, dass ich sie vielleicht ein bisschen zu gut trainiert hatte. Ich wollte nicht, dass Stress ihr Leben beherrschte oder so. Ich sah Charlie am Ende des Raumes mit Wyatt und ich wusste, sie hatte ihn als ihr Day eingeladen. Ich war froh, dass sie es wieder mit einem Typen versuchte. Charlie hatte Greta bezüglich des Enthüllungsbuches über ihren Ex abgesagt, aber Greta hatte letzte Nacht beim Abendessen ihr nächstes Projekt angekündigt. Sie wollte es passenderweise Liebe. Wir alle brauchen sie nennen. Die Absicht des Buches sollte sein, sich selbst lieben zu lernen, damit man andere lieben konnte. Ich bemerkte, dass Sylvie mit Greta und Charlie redete. Sie sah unglaublich schick in ihrer schwarzen Hose aus, einem smaragdgrünen Top und den passenden Schuhen. Sie erblickte mich, entschuldigte sich bei den Damen und kam auf mich zu. Olivia, die Nacht war toll, sie umarmte mich schnell und drückte mir ein Küsschen auf die Wange. Greta hat mir von einigen Herausforderungen, besser gesagt Debakeln, erzählt, die du während des Rückzugstrips gemeistert hast. Als Gast kann ich sagen, dass für mich alles glatt verlaufen ist. Ich bin beeindruckt. Ein Kloss formte sich in meinem Hals. Danke. Ich nehme meine Arbeit sehr ernst und deine Komplimente bedeuten mir wirklich sehr viel, sagte ich lächelnd. Ehrlich gesagt, habe ich ein verstecktes Motiv, wieso ich dir das erzähle, sie trank ihren Champagner aus und lächelte mich an. Als die Geschäftsführerin des Blue Moon Country Clubs nehme ich meine Arbeit auch ziemlich ernst. Ich wollte schon lange eine Eventplanerin einstellen. Ich hatte bisher nur keine gefunden, die mich beeindruckte. Wie gesagt, bisher. Mein Herz machte einen Luftsprung und es haute mich fast wörtlich vom Hocker. Ich sah sie an, meine Hand auf meinem Herz. Möchtest du damit sagen? Ich frage. Würdest du gerne zum Teil meines Teams werden? Ich würde liebend gern Olivia's Occasions beauftragen, unsere besonderen Events zu organisieren. Wir haben mindestens ein Event pro Woche. Um die Feiertage herum sind es natürlich mehr. Meinst du, du kriegst das hin? Ich nickte energisch. Absolut, mit dir zusammenzuarbeiten wäre toll. Meine Hände begannen zu zittern, als das Adrenalin durch mich schoss. Dieses Angebot bedeutete, dass ich in meinem Geschäft Vollzeit arbeiten konnte. Kein The Market mehr. Kein Fischgeruch mehr. Juhu! Außerdem konnte ich Janine einstellen, um mir zu helfen. Ich hielt Silvi meine Hand hin. Danke, dass du dein Vertrauen in mich setzt. Ich bin wirklich froh über diese Gelegenheit. Ich auch. Sylvie schüttelte meine Hand und griff dann meine Schultern, um mich in ihre Umarmung zu ziehen. Ich lasse unsere Personalabteilung am Montag die Papiere vorbereiten und sie dir zuschicken. Wir werden so viel Spaß miteinander haben. Danke, sagte ich, in der Hoffnung, dass ich nicht in Ohnmacht fallen würde, als Sylvie ein neues Tulpenglas mit Champagner vom Kellner im Anzug annahm und dann verschwand, um mit einigen Frauen vom Rückzugstrip zu plaudern. Mit wurde schwindelig vor Aufregung und ich schaute mich nach Brody um. Stattdessen traf mein Blick auf Janines. Ihre Augenbrauen schossen nach oben, während sie auf mich zugeeilt kam. Ein weiteres Desaster? Was soll ich machen? Sag es mir und betrachte es als erledigt. Ich weite sie über meinen kommenden Geschäftsvertrag mit dem Blue Moon Bay Country Club ein und die große Tatsache, dass ich in der Lage sein würde, sie Vollzeit bei mir einzustellen. Sie umarmte mich und sagte dann, ich rufe meine Mutter an. Sie macht sich Sorgen um meine finanzielle Lage, seitdem ich weggezogen bin. Ich machte einen Schritt zurück und war erstaunt zu sehen, wie anders die Dinge sich doch entwickelt hatten, als ich es eigentlich gedacht hatte. Greta und Scotty plauderten mit den anderen Gästen, wichen aber nicht von der Seite des anderen. Alle sahen so, glücklich aus. Gerade, als ich dachte, es könnte nicht mehr besser werden, kam Brody an meine Seite und legte seinen Arm um meine Taille. Endlich habe ich dich für mich allein, sagte er und drückte mir einen Kuss auf die Wange. Ich griff seinen Arm. Rate mal. Sylvie hat mich als Eventplanerin für den Blue Moon Bay Country Club eingestellt. Sie schicken mir am Montag den Vertrag. Gratuliere, er führte seinen vereisten Bierkrug zu meinem Glas und wir stießen an und tranken unsere Drinks. Hört sich aber an, als sei der Country Club der Glückliche. MMM? Ich stellte meinen Drink ab und lächelte, bemerkte den Mond der voll und hell am Himmel stand und alles beleuchtete, was sich in der Nacht verstecken wollte. Der perfekte Kuss ist lecker. Weißt du, was noch lecker ist? fragte er, sah mir tief in die Augen, während seine Mundwinkel nach oben schossen. Ohne eine Antwort abzuwarten, lehnte er sich über mich, hielt an, als sein Mund nur Zentimeter von meinem entfernt war. Das hier. Ich schlug meine Wimpern auf, sah ihn grinsen und dann seinen Mund auf meinen Pressen. Ein kleines Geräusch entfloh mir. Meine Lippen fühlten sich warm und kribbelig an, als seine Zunge sie zärtlich spreizte. Wir schmeckten einander immer und immer wieder, bis ich mich verlor, in dem, was auch immer die Nacht noch bringen würde, dem Versprechen von unserer wundervollen gemeinsamen Zukunft und Brodis perfekten Küssen. Ende. Wenn ihr eure Zeit gerne mit diesen Hauptfiguren verbracht habt, dann solltet ihr mit Sicherheit auch Charlie Geschichte lesen in der Startraum-Serie Blue Moon Bay, Buch 3. Sie haben sich das Schwesterschaftsversprechen Serie Blue Moon Bay, Buch 2, angehört. Copyright 2017 von Susan Hartler, Hörbuch Copyright 2024 von Susan Hartler. Susanne Hattler ist eine Bestsellerautorin der New York Times und von USA Today, die humorvolle, gefühlsbetonte, zeitgenössische Romantik für Erwachsene sowie Romane für Heranwachsende schreibt. Viele ihrer Bücher werden ins Spanische und ins Deutsche übersetzt. Da sie von Natur aus Optimistin ist, glaubt sie, dass das Leben überraschend ist, Menschen faszinierend sind und Fantasie grenzenlos. Gerne verbringt sie ihre Zeit mit den Hauptfiguren ihrer Geschichten und hofft, dass sie das genauso gerne tun.